Anna Carolina Larson. Der Pavian. Gesprochen von David Nathan. Fuck, fuck, fuck. Adnan warf erneut einen Blick in den Rückspiegel. Der verdammte Saab folgte ihm immer noch, kein Zweifel. Sie waren hinter ihm her. Scheiße. Er hatte ihn an der Tankstelle bemerkt. Der Wagen stand schief geparkt. Adnan dachte nicht weiter darüber nach, tankte einfach und atmete ein paarmal tief durch. Er fuhr mit dem Finger über die Motorhaube. Diamantschwarz. Er wäre vor Stolz fast geplatzt, als er die Schlüssel kriegte. Mit dem Wagen wuchs er. In Sachen Respekt. Er sah, wie die anderen gafften. Er war jemand. Er und der Wagen. Der reinste Magnet für Bräute. Neue Zeiten waren angebrochen, herrliche Zeiten. Endlich wieder nageln nach anderthalb Jahren Selbstversorgung im Knast. Der Scheiß Saab war direkt hinter ihm losgefahren. Fuck, fuck, fuck. Diesmal würden ihn Milorads Männer massakrieren, ihm lebend die Haut abziehen. Beim letzten Mal hatte man ihn aus Gnade verschont. Seine Ehre war im Arsch. Er hatte ihre dreckigen, ekligen Stiefel geküsst, sie abgeleckt. Die Jungs hatten ihn ausgelacht. Gelacht, wie es nur Jugoschweine können. Sie wollten ihre Kohle mit zinsen macht das dreihundertfünfzig riesen hatte milorad mit seiner heiseren tiefen stimme gesagt die selbst einem tauben angst gemacht hätte er hatte seinem gorilla einen blick zugeworfen der besagte noch einen tritt alles schwarz er lag da wie ein beschissenes baby zusammengekrümmt sie standen um ihn herum eine wand aus dreckigen stiefeln lachten traten spuckten pisten auf ihn Lachten noch mehr, schmierten ihm Dreck ins Gesicht, in den Mund, Dreck mit Anabolika-Urin, Dreck mit Anabolika-Urin von drei Jugoslawen. Du und dein Araberkumpel, ihr habt eine Woche, dann kriegt ihr was anderes zu fressen. Mehr Gelächter, mehr Tritte. Das hatte er durchgemacht. Nie wieder. Der sah noch immer im Rückspiegel. Er drückte das Gaspedal durch und vergrößerte den Abstand ein wenig, nächste Kreuzung rechts. Bald hatte er den Saab abgeschüttelt. Oh fuck, Betonsperren auf der Straße. Bremse, Rückwärtsgang, wieder ab. Oh, verdammt! Noch eine Tracht Prügel würde seine Ehre niemals überleben, seine Mama auch nicht. Durch den Aufprall hatte der Wagen eine halbe Drehung gemacht. Adnan drückte wieder aufs Gas. Das schien den Saab noch mehr anzutörnen, krachte mit noch mehr Wucht hinten drauf. Bam! Adnan verlor die Kontrolle über den Wagen. Ein Baum. Er riss das Lenkrad herum, drehte sich wie eine Eisprinzessin, eine Runde, zwei Runden, zählte bald nicht mehr mit. Dann war Stopp. Zwei Gedanken raus, losrennen. Aber die Scheinwerfer des anderen Wagens waren nur wenige Zentimeter von der Tür entfernt. Aus den beiden Lichtern wurden auf einmal tausend auf der Netzhaut. Jemand riss die Beifahrertür auf, plötzlich lag er wieder mit der Fresse im Dreck, seine Arme wurden festgehalten, er versuchte sich loszureißen, protestierte. Der Griff wurde härter. Plötzlich spürte er Stiche in den Augen, als würde jemand mit einem Messer darauf einhacken. Es brannte, die Tränen flossen. Diese Säcke hatten Tränengas, sie brüllten wie die Irren. Adnan brüllte auch. Mitten im ganzen Tumult ein Brüllen, das zu hell klang für das, was abging. Plötzlich fiel der Groschen. Erleichterung. Bullen. Es waren die Bullen. Er war gerettet. Er würde nicht sterben. Nicht heute. Nicht jetzt. Polizei, bleib liegen, verdammt nochmal, sonst wird es nur schlimmer! Die Bullenhure schrie wie eine Wahnsinnige, andere auch, Gewicht von Körpern auf seinen Armen. Die Erleichterung verwandelte sich in Wut. Für wen hielten die sich? Verdammte Schwachköpfe, ihr habt mich um ein Haar tot gefahren! Das Tränengas ließ ihn flennen wie eine hysterische Braut, totale Erniedrigung, der Rotz floss nur so raus. Tränengas, ihr Feigenwichser! Das ist kein Tränengas, das ist OC-Spray. Wenn du mal kurz Ruhe gibst, dann können wir dir helfen. Es ist nur Chili, nichts Schlimmes. Adnan minderte die Spannung in seinen Oberarmmuskeln, die er wenige Stunden zuvor noch bis zum Platzen aufgepumpt hatte. Besser er spielte mit. So, schön. Wir setzen dich jetzt auf. Bleib ruhig. Er versuchte, die Augen zu öffnen, um zu sehen, wer ihn da anzwitscherte. Er konnte nur drei Personen ausmachen, vielleicht vier, als es ihm gelang, die Augen einen Sekundenbruchteil offen zu halten. Da hast du ein Feuchttuch, versuch die Augen zu öffnen. Je mehr du blinzelst, desto schneller geht es vorüber. Vielleicht war es doch nicht übel, den Rat anzunehmen. Warum bist du abgehauen? Woher sollte ich bitte wissen, dass ihr Bullen seid? Wer sollten wir denn sonst sein? Die Bitch mischte sich ein. Du, mit dir rede ich nicht. Er hatte nicht vor, mit einer Bullennutte zu reden. Wir haben Leuchtsignale gegeben und die Stoppkelle gezeigt. Hast du das nicht gesehen? Hatte er nicht. Auf seiner Netzhaut hatte er nur Jugoslawen, Dreck und Urin gehabt. Zerstörte Ehre. Woher wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Wir arbeiten mit dem Nova-Projekt. Kennst du das? Plötzlich wuchs er. Vor Stolz. Er war auf der Nova-Liste. So gefürchtet, dass er im größten Bullenprojekt vorkam, in dem die kriminellsten Typen aus Stockholm erfasst waren. Krass. Hast du was dabei? Ich habe aufgehört mit dem Scheiß. Reflexartig fuhr seine Hand über die rechte Hosentasche. Das geschah automatisch. Unmöglich zu kontrollieren. Die Gewohnheit, immer ein paar kleine Tütchen mit portioniertem weißen Pulver herumzutragen. Oder noch öfter, die Reste davon. Was hast du denn in der Tasche? Die Bitch starrte auf seine rechte Hosentasche. Wir werden dich sowieso durchsuchen, also kannst du es gleich rausholen. Durchsucht mich doch, wenn ihr meint, ihr werdet nichts finden. Er war sauber, hatte weder was genommen noch gedealt, seit er in den Knast gewandert war. Was hast du vorhin durchs Fenster geworfen? Von was redeten die da? Stell dich nicht dumm. Wir werden so oder so nachsehen. Plötzlich fiel ihm ein, dass er ein Kaugummipapier aus dem Wagen geworfen hatte, als er nach dem Tanken losgefahren war. War das der Grund für diesen ganzen Zirkus? Ein Kaugummipapier, extra scharf mit Pfefferminzgeschmack. Danach konnten sie seinetwegen suchen. Hoffentlich lange. Die Zwitscherstimme schaltete sich ein. Du hast vor kurzem anderthalb Jahre wegen Besitz von Narkotika abgesessen, stimmt das? Wenn ihr das sagt, »Du willst doch nicht gleich wieder in den Bau, oder? Du hast schließlich keinen Führerschein. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat.« Abmann blinzelte, um einen Blick auf die Polizisten um ihn zu erhaschen. »Aber dafür gehe ich doch nicht in den Knast. Meine Vorstrafen sind alle getilgt.« Er wischte sich das Gesicht ab. »Man hat sie dir wahrscheinlich erlassen, weil du gleichzeitig wegen Drogendelikten verurteilt worden bist. Aber auf Fahren ohne Fahrerlaubnis steht bis zu ein Jahr.« Denk also ein bisschen nach. Wem gehört der Wagen überhaupt? Einem Kumpel. Wie heißt er? Warum? Er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich wollte nur so nett sein und deinem Kumpel Dia verraten, dass er gerade seinen nagelneuen Wagen losgeworden ist. Ihr könnt nicht den Wagen nehmen. Du, Adnan, wir tun nie etwas, das wir nicht dürfen. Du bist in den letzten Monaten dreimal in diesem Wagen angehalten und noch viel öfter damit gesehen worden. Also bist du der Nutzer. Und der Wagen wird beschlagnahmt. Du solltest dir eine gute Geschichte ausdenken. Deinen Kumpel dürfte das nicht sehr freuen. Oder? Hey, stellt mir einen Strafzettel aus. Macht was ihr wollt. Aber nehmt nicht den Wagen. Ich hab ihn nur ausgeliehen. Adnan bekam jetzt ernsthaft Schiss. Du weißt, dass wir nur unsere Arbeit tun. Wir haben zwei gute Gründe, den Wagen zu nehmen. Der erste ist, dass du regelmäßig ohne Führerschein fährst. Der zweite, dass du Schulden beim Fiskus hast. Für die ist das doch merkwürdig, dass du ihnen fast eine halbe Million Kronen schuldest und dann in einem Auto durch die Gegend kutschierst, das praktisch dasselbe wert ist. Es war vorbei, Finish. Die Jahres Karre beschlagnahmt, die Jahr's ein und alles. Adnan hatte sich den Wagen geliehen, während die jahr im Knast saß. Erst wollte er ihn nur einmal nehmen, dann hatte Diars Schwester angerufen und ihn gebeten, sie zu fahren, da war es plötzlich legitim geworden. Daraus entwickelte sich eine schlechte Angewohnheit, und Adnan war jeden Tag rumgekauft. Diar, der Typ hasste körperliche Aktivität, hatte sich ja zehn Kilo verloren, seit er im Knast war. Adnan hatte ihn bei der Gerichtsverhandlung gesehen, sah aus, als käme er aus einem Arbeitslager. Die Klamotten hingen an ihm herab, seine Wangen waren eingefallen. Eigentlich könnte Dia total bullig sein. Das lag in seinen Genen. Wenn er nun mal seinen knochigen Arsch ins Fitnessstudio bewegen würde. Aber dem Kerl war das egal, fand, dass Bodybuilder ihre Zeit vergeudeten. Adnan hatte versucht, ihm zu verklickern, was aufgepumpte Muskeln wert waren. Bräute, Respekt, der Neid der anderen, mehr Bräute. Die Liste war noch länger. Aber Dia kümmerte das nicht. Ihm reichte ein geiles Gefährt. Ein Gefährt, mit dem jetzt die Bullen davon fuhren. Scheiße. Adnan nahm die Rolltreppe zur U-Bahn, die bereits eingefahren war. Er musste rennen, um sie noch zu erwischen. Er hatte nicht die geringste Lust, die U-Bahn zu nehmen. Das Transportmittel der arbeitenden Menschen. Einen ganzen Monat malochen, den Lohn dann im nächsten bekommen. Nichts für Adnan. Schnelle Jobs mit Sofortbezahlung. Das war eher Adnans Ding. 13 Polizisten warteten darauf, dass die Lagebesprechung für die Nachtschicht begann. Amanda war spät dran und schaufelte ihre selbstgemachte Lasagne in sich hinein, sie hatte sie in der Mikrowelle aufgetaut und damit erreicht, dass sie an den Rändern brennend heiß und in der Mitte noch immer gefroren war. Aber sie schlang dennoch alles hinunter. Wenn man einmal unterwegs war, konnte man nicht wissen, ob man noch mal was zu essen bekam. Zwanzig Sekunden bevor der Zeiger auf zehn Uhr rückte, trat sie eilig in den Besprechungsraum und schluckte den letzten Bissen hinunter. Das war knapp, sagte Markus, der seelenruhig an dem länglichen Tisch hockte. Amanda wusste, dass er auf eine Torte anspielte. Wer zu spät kam, wurde so lange von den Kollegen bearbeitet, bis etwas Leckeres auf dem Kaffeetisch stand. Das waren ungeschriebene Regeln. Eine Torte war auch die Strafe bei selbst verursachten Verkehrsstörungen, falschem Alarm oder anderen unbesonnenen Vorkommnissen. Die Jury neigte zu Schuldsprüchen und plädierte nur selten auf Freispruch. Mit anderen Worten, es stand praktisch immer eine Torte im Pausenraum. Sie legte ihr tragbares Funkgerät ab. Die Stühle waren nicht angepasst an uniformierte Polizisten, die schwere Gürtel um die Hüfte trugen und deren Umfang durch die daran befestigten Dinge deutlich vergrößert wurde Pistole, OC-Spray, Schlagstock, Handschellen, Reservemagazin, Funkgerät. Sie hatten sich schon oft beklagt, dass die Armlehnen an den Stühlen unpraktisch waren, aber dies zu ändern war nur einer von vielen Vorschlägen, die von den Leuten ignoriert wurden, die über das Inventar entschieden. Amanda fragte sich, was während der bevorstehenden Nachtschicht passieren würde. Man wusste nie, was kam. Das war eine der schönen Seiten des Berufs. Der westliche Teil der Stadt bot eine ganze Bandbreite von Leckerbissen. Chister mit dem Einkaufszentrum, in dem sich der Kampf der Kulturen abspielte und wo lauter Kleptomanen rumliefen. Hesselbü, das Königreich der Sozialfälle. Wellingbü, Sammelplatz der Alkoholiker. Brommer, die Heimat der Hells Angels. Dazu all die Flugzeuge, die in Richtung Flughafen über die Häuser hinweg donnern. Sundbüberje, ein Loser Vorort, in dem Identitätssuchende, rappende Jungen Fuß zu fassen versuchten, möchte gern Hip-Hopper, möchte gern Garnoven. Allvik, ungelenke, picklige Kinder von reichen Eltern, die im Leben wohl nur einen einzigen Satz gelernt haben. Mein Daddy ist übrigens Anwalt. Nockebü, ein psychisch gestörter neben dem anderen. Auf der anderen Seite der Brücke das schöne Drottningholm, das vielbesuchte Schloss der königlichen Familie mit verrückten Stalkern. Ekerö, entlaufene Kühe, Solna, Fußballhooligans. Rinkebü, Tainster, Jolster, Orkjala. Hier gab es jede Art von Leckerbissen, außerdem, mein Daddy ist übrigens Anwaltsatz. Drogen in Unmengen, braun, grün, weiß und so fort. Kleine Ganoven, große Ganoven, Ganoven, die sich gegenseitig ausraubten. Einsatzchef Nils Söderling leitete die Lagebesprechung und erklärte, wer mit wem in welchem Wagen fahren würde. Er berichtete, was seit der letzten Schicht passiert war, was in der bevorstehenden zu beachten war und wer an diesem Tag Namenstag hatte. Letzteres war zu Nils Markenzeichen geworden, etwas worüber alle grinsten, wenn Kollegen von außerhalb anwesend waren und sich nach dem Sinn fragten. Einen echten Sinn gab es nicht. Der Namenstag war nur eine Sache, die angesprochen werden musste, um die Lagebesprechung abzurunden. Was für einen Scheißjob hatten sie da bloß gewählt? Amanda sah, wie ihr Kollege Tobbe sich eine Träne von der Wange wischte. Beide waren froh, dass sie bei dem unfassbaren Auftrag, den sie soeben hinter sich gebracht hatten, einander zum Partner gehabt hatten. Sie hatten ein totes Baby im Astrid-Lindgren-Krankenhaus identifiziert ein Junge, der nur vier Monate alt werden durfte. Seine Eltern waren wegen Kindesmords festgenommen worden. Ein viel diskutiertes Phänomen. Shaken Baby Syndrome. Es war vollkommen unwirklich. Ein Baby, das nicht warm war, das nicht um Aufmerksamkeit buhlte. Ein Baby, das nicht plapperte, nicht schrie. Still. Stumm. Jemand hatte einen Teddybären mit einer roten Halsschleife daneben gelegt. Tobbe drehte sich bei diesem Anblick weg. Amanda verstand ihren Kollegen. Er hatte selbst ein einjähriges Kind. Sie schrieb den Namen Hugo Lindström auf das Identitätsband und befestigte es um den Knöchel des Babys. Das Handgelenk war zu schmal. Dann benachrichtigte sie den Transportdienst, der Hugo zur Obduktion in die Gerichtsmedizin bringen würde. Hugo, der ganz allein war. Mit seinem Teddybären. Tobbe lehnte den Kopf gegen die Nackenstütze. Ich bin froh, dass ich mit dir unterwegs bin. Ich weiß, beim nächsten Mal bin ich diejenige, die es nicht hinkriegt. Amanda lächelte Tobbe zu, und er sah dankbar aus. Sie dachte, dass das nie geschehen würde, dass sie etwas nicht packte. Sie wünschte, sie wäre in der Lage zu weinen, das hatte sie seit Jahren nicht mehr getan. Nicht mehr seit. Sie ließ den Gedanken nicht zu. Es war eine Weile still. Das Einzige, was man hörte, waren die Scheibenwischer, die auf die niedrigste Geschwindigkeit eingestellt waren. Sie bekämpften den feinen Nieselregen, der eingesetzt hatte, als sie mit dem kleinen Hugo fertig gewesen waren. Ein Regen, bei dem man keine Tropfen spürte. Man wurde nur nass. Gemütlich, solange man im Wagen saß. Sie fuhren weiter durch die Stockholmer Nacht, kreuz und quer durch das Industriegebiet, schauten beim Solwaller Camping vorbei, im Dunkeln liegende Villen in Äppelwieken. Sie kauften frisch gebackene Brötchen in einer Bäckerei, stoppten ein paar Autos und führten Alkoholkontrollen durch. Plötzlich vibrierte das Handy in ihrer Hosentasche. Amanda ratterte im Kopf ein paar Namen herunter, von denen die SMS sein könnte. Zufrieden las sie den Namen Adnan. Adnan von vorgestern. Ein seltsames Gefühl breitete sich in der Magengegend aus. Freude? Sie hatte gespürt, dass er sich melden würde, die Frage war nur gewesen wann? Zwei Tage. Schneller als erwartet. Die ungeschriebene Regel besagte doch drei, oder? Sie las die Nachricht Wie stets will dich träfen. Analyse? Wie stets? Was meinte er damit? War sie nur ein Kumpel? Will dich träfen? Er wollte sie auf jeden Fall wiedersehen. Als Kumpel? Wann? Der Rechtschreibfehler ärgerte sie, kein LG oder war schön, dich getroffen zu haben, nicht einmal ein Smiley. War er schüchtern? Traute er sich nicht zu zeigen, was er empfand? War er überhaupt interessiert? Was grinst du denn? Tobe sah zu ihr und auf ihr Handy, das vielleicht etwas zu viel von ihrer Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hatte, wenn man bedachte, dass sie am Steuer saß. Nur eine SMS. Ach, jetzt komm schon. Ich hab vielleicht jemanden kennengelernt. Aha, wen? Jemanden von der Dienststelle. Sie versuchte, das Handy in die Hosentasche zu stopfen und sich gleichzeitig auf die Straße zu konzentrieren. Auf keinen Fall. Man kann nicht mit einem Polizisten zusammen sein. Ah, dachte ich mir schon. Er knuffte sie. Erzähl schon. Ich weiß eigentlich nicht sehr viel über ihn. Wir haben uns nur kurz unterhalten. Er wirkt nett. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Sie überlegte kurz, ob sie ehrlich sein sollte oder nicht. Im Supermarkt. Was, echt? Das ist doch romantisch, oder? An der Kühltheke im Supermarkt. Er sah verdammt gut aus, also bin ich einfach zu ihm hingegangen und hab angefangen, über die Hühnchen dort zu reden. Torbe lehnte den Kopf gegen die Nackenstütze und lachte. Du hast doch einen Knall. Ich weiß. Aber man kann auch nicht zu Hause hocken und darauf warten, dass jemand an die Tür klopft. Da hast du recht. Es war mutig. Aber bevor ich meine Genehmigung erteile, muss ich wissen, was er für ein Auto hat. Tobbe, der Autofetischist. Er war ein Fanatiker und kannte jedes Fabrikat, jedes Modell, jedes Wagenteil, jede Schraube. Ein Mercedes. Gut. Er nickte. Modell und Farbe. Schwarz. Keine Ahnung, welches Modell. Ein schwarzer Mercedes. Klingt nach Garnove. Hm, nicht schlecht geraten. Adnan Nassimi war ein Schwerkrimineller und stand auf der Nova Liste. Sie hatte nicht vor, dies Tobbe oder irgendjemand anderem zu verraten. Sie wusste, dass sie ein hohes Risiko einging, aber es musste sein. Tja, wer weiß das schon in dieser Stadt. Hast du dir das Nummernschild aufgeschrieben? Du kennst mich, habe ich schon überprüft. Das Auto läuft nicht auf ihn. Ich werde noch ein bisschen nachforschen müssen. Na, da ist was faul. Ach, vielleicht hat er den Wagen ausgeliehen. Sie zog es vor, nicht zu erzählen, was sie über den Wagenhalter herausgefunden hatte. Er tauchte in sämtlichen polizeilichen Registern auf. Ich werde ein bisschen nachbohren, wenn ich ihn das nächste Mal treffe. Ihr seht euch also wieder. Ja zumindest wenn ich seine SMS richtig deute. Warum seid Ihr Kerle so schlecht darin, Euch klar auszudrücken? Was stand denn drin? Wie steht's? Will dich treffen? Schreibt man sowas? Na klar, er will dich halt sehen. Glaubst du, er will mit mir ins Bett? Na klar will er das. Sie wurden vom Polizeifunk unterbrochen, der in der vergangenen halben Stunde ungewöhnlich still gewesen war. Eine männliche Stimme erklang Drei null an drei. 33 31 20 over. Tobbe nahm das Mikrofon. Sollner, ich höre kommen. Fahr zum maltesholm Maltesholmwege Nummer 73 in Hesselbüh. Dort haben wir eine Frau, die vergewaltigt worden ist, Wohnung 5. An der Tür steht Dietrichson. Eine Freundin der Frau hat uns angerufen, over. Amanda schluckte. In der Wohnung war es warm und stickig. Der Schweiß lief ihnen unter der Schutzweste herab. Es stank nach Urin. Und als Amanda am Badezimmer vorbeikam, sah sie ein Katzenklo neben der Toilette, das vermutlich die Ursache war. Im Wohnzimmer stand ein abgenutztes Stoffsofa an der Wand und auf dem Couchtisch lagen Zigarettenstummel. Stella Diedrichsson kauerte auf einem Sessel und starrte Amanda und Tobbe mit vom Weinen geröteten Augen an. Die Mascara hatte schwarze Streifen auf ihren bleichen Wangen hinterlassen, ihre braunen Haare hingen in Strähnen herab. »Sie hat mich angerufen und gesagt, dass sie vergewaltigt wurde.« Stellas Freundin fing an, auf Amanda und Hobber einzureden, bevor diese sich überhaupt vorstellen konnten. Dann wollte sie nichts mehr sagen. Ich glaube, sie hat Angst um ihr Leben. So ist sie sonst nie. Amanda ging neben Stella in die Hocke. Hallo, ich heiße Amanda. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, darüber zu sprechen, aber du musst dich vor uns nicht schämen. Wir haben viele Frauen getroffen, denen ähnliche Sachen passiert sind. Stella nickte. Willst du erzählen, was passiert ist? Stella schüttelte den Kopf. Dann werde ich dir eine Frage stellen, auf die du bitte entweder mit Ja oder Nein antwortest. Wurdest du heute Abend vergewaltigt? Stella schien zu zögern, dann murmelte sie. Ja. Dann muss ich dich fragen, warum du uns nicht mehr erzählen willst. Ich will einfach nicht. Magst du nicht, dass mein Kollege zuhört? Amanda deutete mit einem Kopfnicken auf Tobbe. Nein, das spielt keine Rolle. Aber ich wollte gar nicht, dass ihr überhaupt kommt. Emma hat euch gerufen, ich hätte ihr echt nichts sagen sollen. Stella schluchzte auf und verbarg das Gesicht in der Armbeuge. Amanda wartete eine Weile und gab ihr Zeit, sich zu beruhigen. Wo ist es passiert? Stella schüttelte den Kopf und sagte nichts. War es im Freien oder in einem Haus? In einem Haus. Kennst du den, der es getan hat? Stellas Lippen zitterten, als sie antwortete: Ich weiß, was es ist. Kannst du ein bisschen beschreiben, was passiert ist? Stella änderte plötzlich die Tonlage. Ihr kapiert das nicht. Ich kann nicht sagen, schrie sie. Das kann ich gleich einpacken. Das geht nicht. Warum kannst du gleich einpacken? Wie meinst du das? Amanda spürte, wie der Frust in ihr hochkam, aber es brachte nichts, die Frau unter Druck zu setzen. Stella, wir brauchen heute nicht mehr zu reden. Offenbar hat er dich bedroht, und da ist es besonders wichtig, dass wir herausfinden, wer es ist. Du bist vermutlich nicht sein einziges Opfer. Stella saß schweigend da. Amanda richtete sich auf. Dafür wollen wir aber, dass du mit ins Krankenhaus kommst für eine ärztliche Untersuchung. Es ist sehr wichtig, dass wir das jetzt machen, um noch Spuren zu finden. Ich hab' schon geduscht. Stella kauerte sich noch tiefer in den Sessel. Das ist schade, aber es gibt vielleicht trotzdem Spuren und mögliche Verletzungen. Die Ärzte sind unheimlich kompetent, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Nein, ich will nicht, Stella. Was ist, wenn du eines Tages deine Meinung änderst und wir keinen Beweis haben? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Warum? Was macht dir so eine schreckliche Angst? Ich will einfach nicht. Am Ende würde einzig und allein ich in der Scheiße sitzen. Niemand würde mir glauben, warum sollten Sie auch? Amanda verstand, was Stella meinte. Es stand Aussage gegen Aussage zwischen einem Mann und einer Frau, und außerdem war sie vollkommen zugedröhnt. Amanda entschied, den Drogenkonsum zu ignorieren und nicht zu vermerken. Das würde es noch unwahrscheinlicher machen, dass Stella irgendwann ihr Schweigen brach. Amanda unternahm einen letzten Versuch. Mir ist absolut bewusst, dass es für alle, die eine Vergewaltigung zur Anzeige bringen, ein langer Prozess ist und dass es nicht immer klappt. Vergewaltigungen geschehen fast immer ohne Zeugen. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich erfahren, wer es ist, da es auch bei ihm Spuren von dir geben kann. Je mehr Zeit verstreicht, desto schwerer wird es, eine Verurteilung zu erreichen. Außerdem kannst du dazu beitragen, dass er nicht einer anderen dasselbe antut. Stella schwieg eine Weile und schien zu überlegen, als sie antwortete, wusste Amanda, dass sie heute nicht weiterkommen würden, vermutlich auch morgen oder übermorgen nicht. Er wird es wieder tun. Sie blickte Amanda mit geweiteten Pupillen an. Und er hat es vorher schon getan. Ist man irre? Und setzt man alles auf eine Karte? Geht das auch mal schief? Aber ich überlebe. Und zwar immer. So sehr Amanda, Stella und die anderen Frauen verstand, die nicht die Kraft aufbrachten, die unzähligen Vernehmungen und Untersuchungen zu ertragen, so sehr verachtete sie sie auch. Wegen ihrer Schwäche liefen andere Gefahr, derselben Sache ausgeliefert zu werden. Wie ihre Schwester, Sanna. Der Gedanke, dass es vielleicht hätte verhindert werden können, wenn nur eine sich getraut hätte auszusagen, machte sie stinkwütend. An diesem Morgen vernahm Amanda beim Einschlafen Stellas Worte im Kopf, aber ich überlebe, und zwar immer. Warum hatte Sanna es nicht geschafft? Warum hatte sie nicht um Hilfe gebeten? Im Gerichtssaal ging die Verhandlung in geordneter Form vonstatten, trotz der seltsamen Mischung von Leuten, die sich in dem Raum befanden. Der Staatsanwalt versuchte, den Vorsatz des Täters zu belegen. Der Verteidiger tat das Gegenteil und fand alle möglichen Erklärungen für das Agieren seines Mandanten. In Magnus Ohren lächerlich. Auf den Zuschauerrängen gab es zwei verschiedene Lager. Das eine bestand aus tätowierten Männern, die vor Testosteron nur so strotzten, rasierte Schädel oder Pferdeschwanz dazwischen nichts, zornige Blicke, aus denen die Verachtung für den Rest der Gesellschaft sprach. Das andere Lager bildeten Magnus und ein paar seiner Kollegen. Sie waren gekommen, um Jeppe zu unterstützen, der bei einer Prügelei in einem Fitnessstudio in Sundbyberge eingeschritten war. Jeppe war Polizeiassistent, seit drei Jahren im Dienst, Magnus hatte ihn aus der Einsatztruppe abgeworben. Er mochte tatkräftige Kollegen. Jeppe hatte den angeklagten Rocker mit bloßen Händen gepackt, eine Erniedrigung für die Rockertruppe. Sie wussten, wo Jeppe wohnte, würden ihn umlegen. So lief es, und die Bullen mussten damit zurechtkommen. Deshalb hielten auch sie zusammen wie Pech und Schwefel. Das System konnte einem Kollegen in einer Notlage nicht helfen, man musste selbst schauen, wo man blieb, und man konnte sich nur auf die engsten Kollegen verlassen, wenn man sich selbst kollegial verhielt. Mittagspause. Magnus und seine Männer verließen den Saal als Erste und stellten sich an den Eingang, plauderten ein wenig, ließen die Rocker vorbei, musterten sie eingehend. War ein neues Mitglied dabei? Welche Autos fuhren sie? Ironischerweise hatten sie keine Bikes dabei. Als sie mit quietschenden Reifen abgedüst waren, ging Magnus mit seinen Kollegen in ein Restaurant, das ein paar Häuser weiter lag. Dort wurde ein Buffet serviert und Donnerstags bekam man auch eine Nachspeise, Apfelkuchen mit Vanillesoße oder Pfannkuchen mit Konfitüre, Eis und Sahne. Magnus nahm immer beides. Er ging zu der Kassiererin und stellte sein Tablett ab. Sie lächelte. Hübsches Mädchen, war sie neu? Magnus nahm die Würfel, die auf dem Tresen lagen, und warf sie. Hatte man zwei Gleiche, bekam man das Essen umsonst. Magnus hatte zwei Sechser. Gratulation, ein Mann mit Glück heute. Das Mädchen hinter der Kasse lächelte noch breiter. Das ist können. Ich krieg immer was ich will. Magnus Blick glitt über ihren Körper von der Brust bis zur Hüfte hinab und dann wieder hinauf, kreuzte ihren Blick, hielt ihm stand, bis sie errötete. Hm. Vielleicht gönne ich mir auch noch eine Nachspeise. Magnus grinste, nahm sein Tablett und setzte sich, wählte einen Platz, von dem aus er weiterhin die Kasse sehen konnte, blonde Haare zu einem Knoten hochgesteckt, eine Strähne hing ihr ins Gesicht. Ein paar Kilo zu viel auf den Rippen aber nichts, was störte. Wie würde sie nackt aussehen, ohne diese weiße Bluse, ohne den schwarzen Rock? Das Haar offen? War es so lang, dass es bis über ihre Brüste fiel? Sind alle fertig? Es ist gleich eins. Erik stand auf, die anderen folgten seinem Beispiel. Magnus wäre gern noch ein bisschen sitzen geblieben, aber die Pflicht rief, er musste zurück in den Gerichtssaal. Es würde noch weitere Gelegenheiten geben. Am Nachmittag verließ er sein Büro früher als sonst, es war erst vier Uhr. Aber dieser Tag war etwas Besonderes, er war unterwegs, um seinen neuen Wagen abzuholen, einen nagelneuen Audi A6. Dunkelblau. Das Leder der Sitze roch neu, alles roch neu, glänzte. Er drehte den Schlüssel um und drückte auf den Anlasser. Der Motor startete, kaum hörbar, Magnus rollte davon, lächelte dem zufrieden aussehenden Verkäufer zu, fuhr hinaus auf den Frösunderläden, suchte am Armaturenbrett nach der Klimaanlage und stellte sie an, kam auf Höhe eines braunen Opels, als er an einer roten Ampel hielt. Eine Frau Anfang 40 am Steuer, etwa so alt wie er selbst. Aber scheiße, wie fertig die aussah. Klar, auch er hatte ein paar Falten um die Augen, aber das machte einen ja eher attraktiver, oder? Und er hatte noch immer alle Haare. Nein, er hatte keine Probleme, Frauen klarzumachen. Als die Ampel auf Grün schaltete, drückte er das Gaspedal durch, fuhr dem Opel und der Tristen Schachtel davon, legte den Arm um die Nackenstütze des Beifahrersitzes und lehnte sich zurück. Adnan sagte einmal mehr seinem Stolz ade und passte sich an das Leben ohne Karre an. Er zog die Kapuze so tief wie möglich ins Gesicht und kauerte sich im U-Bahnwagen zusammen. Die Tante vom Sozialamt konnte ihn mal. Ein paar zusätzliche Tausender für Adnan, das sah sie überhaupt nicht ein. Er müsse mit dem Existenzminimum zurechtkommen. Wie alle anderen. Sein Handy klingelte. Er zog es aus der Hosentasche und schaute auf das Display. Midans Name blinkte hysterisch. Sah der Schwachkopf nicht endlich mal ein, dass es keinen Sinn hatte? Adnan drückte den Anruf weg. Er ahnte, um was es ging. Die Jugoslawen. Wie zur Hölle sollte er das Problem lösen? Er bohrte mit dem Finger in einem Loch in seinem Sitz herum, zupfte an dem Futter, das hervorlugte. Beschloss bald mal mit Hajir zu quatschen. Der Mann hatte Lösungen für alles und war immer bereit auszuhelfen. Immer. Der Zug bewegte sich rasch auf Stockholms westliche Viertel zu, vorbei an Westrasgugen ungefähr 90 Prozent Schweden im Zug. Sundbyberje, 80 Prozent Schweden, Rissne, 50 Prozent, Rinkeby, 3 Prozent, noch ein Schwede, der eingeschlafen war. Kaum war er ausgestiegen, wurde er ausgeraubt. Sein Kram war schon weiter vertickt, bevor er überhaupt geschnallt hatte, an welcher U-Bahn-Station er sich befand. Tänsta. Das Mecker der Ganoven. Entworfen von einem Architekten, der Venedig mit all den Brücken liebte, Brücken, die das Fußvolk vom Verkehr trennte, weil das eine friedvolle Atmosphäre schafft. Der Herr Architekt übersah zwei Faktoren, den Mangel an Wasser und die unzähmbaren Kids. Die Kleinterroristen herrschten frei und munter, klauten einander Handys und Canada Goose Jacken, brauchten nur über die Fußgängerbrücken zu fliehen, wo ihnen die Bullen nicht hinterherfahren konnten, in Sekundenschnelle über alle Berge. Sie schmissen Steinbrocken auf Busfahrer, die sich vor Schiss in die Hose machten, warfen Molotow-Cocktails auf die Polizisten, fünf Punkte für einen Streifenwagen, zehn für einen Zivilen. Es war mehr wert, einen Zivilfahnder auszumachen. Schmissen Feuerwerkskörper auf Bewohner von Tainstar, die wünschten sich, sie hätten das Geld woanders zu leben. Die kleinen Ganoven waren so scharf auf Aufmerksamkeit, dass sie nicht schnallten, dass sie sich selbst fickten. Die Bullen waren gezwungen, sich immer in der Nähe aufzuhalten, sie zu überwachen, ihnen auf den Senkel zu gehen, totaler Kackmist für alle. Für Adnan hieß das unschön für seine Geschäfte. Bullerei an jeder Ecke, stoppten ihn, stellten ihn und den Wagen auf den Kopf, suchten, schnüffelten, wühlten, fanden immer etwas, das Ärger bedeutete, weitere Einträge im Register, Briefe von der Polizei. Er öffnete sie nie. Und das Tüpfelchen auf dem I, der Fiskus, ständig auf der Jagd nach jeder Krone über dem Existenzminimum, und jetzt die Jahres Benz beschlagnahmt, die Jahr's Ein und Alles, die Jahr's Diamant. Die Brücken sollte man sprengen, den Architekten hängen. Der Mann vom Schlüsseldienst war jemand, der für den Pferdeschwanz, den er trug, schon ein paar Jahre zu alt war. Er öffnete die Wohnungstür innerhalb von 15 Sekunden. Amanda und Tobbe traten ein, und der besondere Geruch, den sie schon durch den Briefschlitz wahrgenommen hatten, schlug ihnen entgegen. Es gab keinen Zweifel, dass jemand tot in der Wohnung lag. Amanda hatte sich allerdings schon einmal getäuscht, als ein älterer Mann bei sich zu Hause hingefallen war und mehrere Tage dagelegen hatte, bevor ein Nachbar reagierte. Damals hatte es genauso gerochen, aber der Alte hatte noch geatmet, als sie hereingekommen waren. Sie standen still da und lauschten. Etwas raschelte. Amanda blickte Tobbe fragend an, er zuckte mit den Achseln. Sie bewegten sich vorsichtig weiter. Scheiße, sagte Tobbe, als er in die Küche schaute. Amanda blickte ihm über die Schulter. Die Frau lag rücklings auf dem Küchenboden, bekleidet nur mit einem weißen Nachthemd, sie starrte ins Leere, die Wangen eingesunken, aber was am meisten Aufmerksamkeit auf sich zog, war die rege Aktivität in ihrem Bauch, es wimmelte vor Maden. Die Tiere bohrten sich durch das Nachthemd, das von der Leichenflüssigkeit durchweicht war. Amanda öffnete den Kühlschrank. Er war leer, bis auf einen Minikarton Milch, deren Haltbarkeitsdatum seit einem Monat abgelaufen war, und ein paar Kartoffeln, aus denen bereits Triebe hervorwuchsen. Sie ging zurück in den Flur und sah die Post durch, die auf einem Haufen vor dem Briefschlitz lag. Die Briefe waren seit einem Monat nicht geöffnet worden, was zeitlich gut zu der Milch passte. Tobe ging zur Tür. Der Leichenwagen braucht fast eine Dreiviertelstunde bis hierher. Lass uns so lange rausgehen. Amanda folgte ihm. So tragisch. Niemand hat sie vermisst. Einen Monat lang. Sie drehte sich um und blickte noch einmal zu dem Leichnam, schüttelte den Kopf, dachte unwillkürlich an Sanna. Wie lange hätte sie wohl da gelegen, wenn Amanda damals nicht zu ihr gefahren wäre, wenn sie nicht wenige Tage zuvor dieses Telefongespräch geführt hätten, bei dem Amanda gemerkt hatte, dass irgendetwas nicht stimmte? Ihre letzte Unterhaltung. Sanna hatte eine schleppende Stimme, Amanda vermutete, dass sie heil war. Der arme Affe? Sanna schluchzte. Was brabbelst du da? Reiß dich zusammen. Erzähl mir, was passiert ist. Ich konnte ihm nicht helfen. Wem? Dem Affen. Sanna, was hast du geschluckt? Du kapierst es nicht. Du wirst es nie verstehen. Er hat mich in der Hand. Von wem sprichst du? Erzähl, was passiert ist. Mich vergewaltigt. Kaum hörbar. Was? Sanna schnaubte. Siehst du, du glaubst mir nicht, genau wie dieser Bulle. Natürlich glaube ich dir. Ich bin nur schockiert. Wann war das? Hast du es angezeigt? Ja, aber das spielt keine Rolle. Der Bulle hat mir nicht geglaubt, das habe ich gemerkt. Also wird der Typ weitermachen. Er wird weitermachen, solange er will. Und niemand kann ihn daran hindern. Wer denn? Hast du dem Polizisten den Namen gesagt? Ja, aber er war so herablassend, als wäre das Ganze meine Schuld. Aber dann haben sie immerhin seinen Namen. Woher kennst du ihn? War das der Kerl, von dem du schon mal erzählt hast? Sana, hallo, war das? Ich leg jetzt auf, Schwesterherz, hab dich lieb. Warte! Es wurde still in der Leitung. Sana! Amanda rief noch einmal an, landete aber nur auf dem Anrufbeantworter. Sanna hatte ganz deutlich unter Drogen gestanden, aber sie würde in solch einer Sache niemals lügen, auch wenn Amanda das mit dem Affen nicht verstand. Amanda versuchte noch einmal, sie zu erreichen, kam aber wieder nur zum Anrufbeantworter, auf dem Sannas Stimme munter und fröhlich klang. "Hab dich auch lieb", sagte sie leise, als sie die Ansage zu Ende gehört hatte. In dem Augenblick befand sie sich noch in dem glücklichen Unwissen. Dass es ihr letztes Gespräch gewesen war. Ekerö war Copland. Jedes zweite Haus gehörte einem verbeamteten Mittelschichtenbürger. Magnus und Pia hatten ihr Traumhaus vor fünf Jahren gekauft. Pia war verzückt gewesen, und er auch. Ein Domizil wie auf sie zugeschnitten, ruhig und friedlich. Keine Nachbarn, die die falsche Sprache sprachen, keine lauten Belger, die wild herumtollten, kein störender Autoverkehr. Abgelegen, ganz am Ende einer Sackgasse. Ein weiß verputztes Haus, modern und stilecht. Magnus fuhr mit dem Wagen durch das Tor im schwarzen Eisenzaun, der den liebevoll gepflegten Garten umschloss. Sein Magen knurrte. Was hatte Pia heute zum Essen gemacht? Er öffnete die Haustür und trat ein, schloss sie leise hinter sich, dann öffnete er sie erneut und trat hinaus, immer alles zweimal tun, sonst würde etwas Schlimmes passieren. Er ging wieder hinein und versuchte zu riechen, was es zum Essen gab, aber da war nichts. Stattdessen hörte er Gekicher aus dem Wohnzimmer. Er zog die Schuhe aus, ging weiter ins Haus und lauschte. Pia musste Besuch haben. Das war ungewöhnlich. Warum hatte sie nichts gesagt? der Zorn wuchs. Bestimmt war ihre verrückte Schwester da. Er trat ins Wohnzimmer und sah seine Vermutung bestätigt. Annelie hockte in seinem Lieblingssessel, Agate, designt von Arne Jakobsen. Elegant, aus schwarzem, weichem Leder. Es gab einen Fußhocker dazu, auf dem Magnus immer die Füße ablegte, wenn mal ein gutes Fußballspiel im Fernsehen lief. Jetzt lag dort eine rote Handtasche. Finde den Fehler! Pia saß gegenüber auf dem Sofa und blickte zu ihm auf hielt mitten im Lachen inne. »Hallo. Annelie hat kurz auf einen Sprung vorbeigeschaut.« Sie sah aus wie ein ängstlicher Hundewelpe. Er setzte sein charmantestes Lächeln auf. »Hallo, ihr zwei. Wie schön, dass du zu Besuch bist. Haben uns lange nicht gesehen.« Annelie wandte sich um, blickte ihn an, musternd. »Ja, ist eine Weile her. Meine kleine Schwester hat mir gefehlt. Da dachte ich, ich sollte mal vorbeikommen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen.« bissig wie immer. Sein Lächeln wurde noch breiter. Absolut nicht. Du kommst viel zu selten. Er wusste, dass sie ihm das nicht abkaufte, aber es klang gut. Er ging zu Pia, beugte sich vor und küßte sie auf den Mund. Hallo, Liebling. Wir haben Apfelkuchen gegessen. Es ist noch was davon in der Küche, wenn du Hunger hast. Nein, danke. Ich habe heute schon viel zu viel bei der Arbeit gegessen. War's anstrengend? fragte Annelie. Ja, es ist eine Menge los. Heute haben wir wegen zwei Raubüberfällen vier Kerle verhaftet. Und ich muss ja schauen, dass alles gemacht wird. Aber es läuft verdammt gut. Er kam immer ins Schwärmen, wenn er über seine Arbeit redete. Er wusste, dass er der Beste war. Spannend, sagte Annelie. Zum Teufel mit ihr. Sie war eine vertrocknete Alte in den Wechseljahren. Das war sie schon immer gewesen. Und sie konnte ums Verrecken nicht die Klappe halten. Oh, dann lasse ich euch mal allein, damit ihr weiter plaudern könnt. Ich nehme eine Dusche. Er blickte zu Pia. Wir können ja dann essen, wenn ich fertig bin. Die Botschaft war klar. Er wandte sich an Annelie. Und wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Der Sinn der Worte: Du bist hier weg, wenn ich aus der Dusche komme. Er sah ihr an, dass sie es verstanden hatte. Er verließ den Raum und stieg mit großen Schritten die weiß gestrichene Holztreppe in den ersten Stock hoch. Im Badezimmer zog er sich aus, faltete seine Klamotten ordentlich zusammen und legte sie in den Wäschekorb, er stellte sich vor den Spiegel und musterte seine Figur. Sein Blick blieb am Bauch hängen, er zog ihn ein und hielt kurz die Luft an, dann atmete er wieder aus. Der Magen nahm wieder seine ballonähnliche Form an. Mit dem wagen Vorsatz, öfter mal in den Kraftraum zu gehen, stieg er in die Dusche. Er ließ das warme Wasser über den Kopf rieseln, stand lange so da und versuchte sich zu entspannen. Aber die Erinnerung an den frühen Morgen wollte ihn nicht in Ruhe lassen. Er hatte Amanda eine Nachricht geschickt, als er sie aus der Ferne beim Debriefing gesehen hatte. Sie hatte da gesessen und geschrieben, offenbar müde. Ihr Trottel von Kollege war mit einer Tasse Kaffee angekommen, hatte sich angebiedert. Sie hatte die Tasse entgegengenommen und den Stümper angelächelt. Magnus war nicht eifersüchtig, absolut nicht, aber sie redete ständig von diesem Tobbe oder wie er nun hieß. Die beiden hatten so viel Spaß zusammen, arbeiteten ähnlich, gingen zusammen durch dick und dünn, bla, bla, bla. Sie war seit kaum einem Jahr auf Streife. Wie viel konnte sie dabei schon erlebt haben? Und wenn jemand sie unterstützen müsste, dann doch wohl er. Schließlich hatte er sich von Beginn an um sie gekümmert, er hatte sie unter seine Fittiche genommen, zugesehen, dass sie ihr Anwärterjahr bei ihm im Raubdezernat absolvieren durfte, dort, wo alle hinwollten, aber nur wenige Glückliche die Chance bekamen, von ihm persönlich ausgewählt. Magnus Anforderungsprofil? Hungrige Wölfe, gierig darauf, die Gauner hinter Gitter zu bringen, noch unbeeinflusst von älteren, faulen Kollegen in Uniform, tatkräftig entschlossen und der Meinung, dass Gerechtigkeit vor Gesetz geht. Der Job musste zu 110 Prozent ihr Leben sein. Die Familie kriegte das, was übrig blieb. Wer diese Anforderungen erfüllte, durfte sein Lehrling werden. Er erinnerte sich, wie er Amanda zum ersten Mal gesehen hatte. Ein Spielwarenladen in Tainster war überfallen worden, und der Ladenbesitzer hatte eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht abbekommen. Es war ein Routineauftrag für Magnus und seine Bande vom Raubdezernat gewesen. Schon als die Täterbeschreibung über Funk herausgegeben wurde, sagte ihm sein kleiner Finger, welche drei Kerle vermutlich dahinter steckten. Ein Anruf später, sein Informant hatte ihm bestätigt, dass er den richtigen Typen auf der Spur war. Nun ging es nur noch darum, den Informanten zu schützen. Das war immer das Schwierigste. Es bedeutete meist, dass er die übrigen Kollegen und sogar den Einsatzleiter anlügen musste. Magnus Methode, er schickte seine eigenen Jungs los, um die Wohnadressen der Täter zu überwachen, natürlich ohne das mit dem Einsatzleiter abzusprechen. Die Täter würden hoffentlich auftauchen, und Magnus Männer konnten sie aufgrund der Täterbeschreibung aufgreifen und das Diebesgut feststellen. In diesem Falle herrschte Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn die Verdächtigen sich umgezogen hatten, dann war das ein kluger Schachzug, aber kaum ein Hindernis für Magnus. Seine Männer fanden stets einen Grund für eine Leibesvisitation. Eine sichere Karte war es, Zeichen für Drogenkonsum zu erkennen. Es reichte, dass einer frech wurde. Da wurde im Handumdrehen die Kleidung untersucht, mit dem angeblichen Ziel, Drogen zu finden, logisch. Aber stattdessen fand man das Diebesgut. Hoppla! Wenn die Kerle die Beute versteckt hatten, dann besaßen sie mehr Grips als der Durchschnitt in dieser Branche. Auch das kein Hindernis für Magnus. Das Gesetz konnte in jederlei Hinsicht umgebogen werden, vorausgesetzt man kannte es. Es gab immer irgendeinen Verdacht, der ausreichte, um die Jungs für ein paar Tage getrennt in einer Zelle versauern zu lassen. Und diese Zeit genügte, um sie am Schweigegelübde ihrer Kumpanen zweifeln zu lassen, um sie darüber fantasieren zu lassen, wie viele Beweise die Polizei eigentlich hatte, um Raumangst und Panik zu erzeugen. Am Ende konnte man in ihnen lesen wie in einem offenen Buch. Sie erzählten alles bis ins kleinste Detail und noch ein wenig mehr. In dem damaligen Fall hatte Magnus den Einsatzleiter Inspektor Konradsson getroffen und war kurz bei ihm stehen geblieben. Er wollte sicher gehen, dass Konradsson keine Beweissicherung übersah, besonders da Magnus wusste, wer die Täter waren, was aber natürlich Konradsson nicht wusste. Amanda hatte im Hintergrund gestanden und Magnus hatte sie anfangs nicht beachtet. Es gab ständig irgendwelche Neulinge, die konnte man sich nicht alle merken. Konradson hatte jedenfalls den klugen Entschluss gefasst, den Laden für die Spusi abzusperren, und man sah an seiner ganzen Körpersprache, dass er mächtig stolz darauf war. Amanda hatte einen Schritt nach vorn gemacht und stand nun neben Konradson, ein riesiger Kontrast, dick und doof. Nicht, dass sie besonders klein gewesen wäre, aber Konradson hatte wirklich eine enorme Körperfülle. Amanda fragte, Sollten wir nicht auch vom Ladenbesitzer eine Hautprobe nehmen?« Konradsson runzelte die Stirn und polterte, »Wozu soll das denn gut sein?« »Na ja, er wurde ja angesprayt. Da könnte eine Vergleichsprobe beweisen, wer das Spray benutzt hat.« Konradsson blickte zu Magnus, wollte Unterstützung, bekam keine. Das war interessant. Amanda behauptete sich, mutig, das traute sich nicht jeder Anwärter. Sie fuhr fort. Vielleicht findet man ja während der Ermittlungen eine Spraydose. Dann könnte man das Spray in der Dose mit dem Spray auf der Haut des Ladenbesitzers in Verbindung bringen. Magnus konnte sich nicht zurückhalten. Gut gedacht, hervorragend, echt gut. Oder Konradsson? Ja, aber ich bin davon ausgegangen, dass die Kollegen, die ihn gerade verhören, sich darum kümmern. Ich schaue mal. Amanda ging zu den Kollegen, die bei dem Ladenbesitzer saßen. Magnus Blitzanalyse. Kluges Mädchen. Denkt einen Schritt weiter. Traut sich auch das laut auszusprechen. Und außerdem verdammt scharf. Er ging hinter ihr her und klopfte ihr auf die Schulter. Hallo. Ich bin Magnus. Er streckte die Hand aus. Amanda. Ich hab dich noch gar nicht gesehen. Er schielte auf die Silberkronen, die ihre Schulterklappe schmückten. Anwärterin, wie ich sehe. Ja stimmt. Ich bin neu dabei. Er hielt noch immer ihre Hand. Guter Gedanke, das mit dem Spray. Die meisten tun nur das, was der Einsatzleiter sagt. Ich mag Leute mit Eigeninitiative. Ich bin der Chef des Raubdezernats hier in Westerdurth. Er wartete auf eine Reaktion, ein Zeichen, dass sie kapiert hatte, von wem sie gerade rekrutiert wurde. Das blieb aus. Ich würde gerne dafür sorgen, dass du während deiner Anwärterzeit ein paar Monate bei uns arbeitest. Ah er ließ ihre Hand los. »Ja, ich will tatkräftige, entschlossene Leute, und mein Eindruck ist, dass du gut in meine Gruppe passen würdest.« »Oh, schön, dass du das findest.« Sie sah aus, als gefiele ihr seine Schmeichelei zumindest ein bisschen. »Aber ich habe nur noch meine Kripozeit im Anwärterjahr übrig, da bleibt wahrscheinlich kein Platz mehr, oder?« »Dann solltest du diese Zeit bei uns absolvieren. Wir führen ja auch Ermittlungen durch.« aber das sind spannendere Sachen als Handtaschenklauen, und Frauenmisshandlung und dieser ganze Mist. Einen Kripo-Eindruck kriegst du also sicher. Und bei uns kannst du richtige Räuber jagen. Wir sind viel unterwegs, also keine Gefahr, dass du an deinem Bürostuhl fest wächst. <lacht> er lachte laut über seinen eigenen Witz. Das klingt echt cool. Sie lächelte. Ehrlich gesagt, hatte ich schon ein bisschen Angst, ein paar Monate lang im Büro arbeiten zu müssen. Ich bin gern da, wo was los ist. Da bist du bei uns richtig. »Bei uns oben passiert deutlich mehr als bei den Schlafmützen von der Kripo. Wer ist dein Betreuer?« »Rikard Olmen.« »Dann rede ich mal mit Olmen und freue mich, dass du bald bei uns anfangen wirst.« Er blinzelte, wollte, dass ihr klar wurde, dass er das nicht für jeden tat. Er schaute ihr nach, als sie zu den Kollegen ging, die den angesprähten Ladenbesitzer verhörten. »Hübsche Heckansicht. Richtig hübsch.« »Sie war vermutlich das heißeste Wesen, das er je in Uniform gesehen hatte.« das dachte er zwar jedes Mal, wenn frisches Blut in der Dienststelle auftauchte, aber diese hier hatte etwas Spezielles. Er konnte nicht genau sagen, was. Intelligent und dazu unglaublich sexy. Vielleicht war es das. Wie dem auch sei. Er hatte sich bereits fest vorgenommen, ihr demnächst an die Wäsche zu gehen. Magnus stieg aus der Duschkabine und machte die Tür zu, öffnete sie wieder und stieg hinein. Öffnete und stieg aus. Fertig. Er nahm das Handy, das er auf der Toilette abgelegt hatte, und wischte mit dem Finger den Dampf vom Display. Noch immer keine Nachricht von Amanda. Sein Magen zog sich wieder zusammen. Er knotete sich ein Handtuch um die Hüfte und ging langsam die Treppe hinab, lauschte, ob Annelie noch da war, aber es war still im Haus. Er fand Pia in der Küche. Sie stand nach vorn gebeugt und wühlte im Gefrierfach. Wollte sie tatsächlich erst jetzt anfangen, Essen zu kochen? Das noch dazu gefroren war, es würde mindestens eine Stunde dauern, und er war hungrig. Er beobachtete sie schweigend, während sie Hähnchenfilets hervorholte. Wäre es nicht klüger gewesen, wenn du diese Teile etwas früher aufgetaut hättest? Er deutete mit einem Kopfnicken auf die Hähnchenfilets. Ich hab das vollkommen vergessen, als Annelie gekommen ist, aber das geht schnell. Warum zur Hölle hatte sie nicht rechtzeitig etwas zu essen gemacht? Warum war sie so verdammt unfähig? Er fingerte an einem der Hähnchenfilets herum, nahm es in die Hand. Die Kälte drang durch seine Haut. Pias dümmlicher und ängstlicher Blick. Der Griff um das Filet wurde härter. Er hob die Hand, schwang sie mit voller Wucht auf das Ziel zu. Erleichterung. Scheiße, ist das geil. Adnan setzte sich neben Hajir. Es klatschte kurz, als die durchgeschwitzten Shorts auf die Holzbank plumpsten. Thai Shorts, gekauft im Lumpini Park in Bangkok, echte Ware. Jetzt war er herrlich verschwitzt. Thai Boxen, das war Training auf höchstem Niveau, sowohl für den Körper als auch für den Kopf. Selbst wenn der Kopf bei manchen ein paar Schläge zu viel abbekommen hatte. Er hatte heute besonders hart an seiner Verteidigung gearbeitet, vernachlässigte diese gern, wenn er müde wurde hatte nicht mehr so viel Luft wie früher, war nicht mehr so schnell, aber seine Technik war noch immer ganz ordentlich. Daran hatte er in der Zelle feilen können, war ja nichts anderes zu tun gewesen. Boxen und Wichsen, Wichsen oder Boxen. Jetzt war es Zeit für ein ernstes Gespräch mit Hajir. Er hatte mehrere Tage lang auf eine gute Gelegenheit gewartet, wusste nicht, wie viel er erzählen sollte. Er nahm Anlauf. Du, ich sitze in der Scheiße. Was ist passiert? Hadjir kapierte es sofort. Saß man in der Scheiße, dann saß man ernsthaft in der Scheiße. Milodat und seine Nutten sind hinter mir her. War mir klar, dass das kommen würde. Wie viel? 350. Die Summe fühlte sich kleiner an, wenn er die Tausender wegließ. 350? Hast du einen Plan? Hm, vielleicht. Ich hoffe, dass ich da nicht mit eingerechnet bin. »Du ziehst ja sonst nie den Schwanz ein. Irgendwas springt bestimmt für dich raus.« »Klar, aber du bist ein zu großes Risikomann. Du stehst auf der Nova-Liste. Die Bullen überwachen dich sicher rund um die Uhr. Wahrscheinlich stehen sie gerade draußen und warten darauf, dass du rauskommst.« Adnan zuckte zusammen. Daran hatte er bisher noch nicht gedacht. »Scheiße. Glaubst du das?« »Hundertprozentig. Warum denkst du denn, dass die Jahr und Company im Bau hocken? Die halbe Bande stand auf der Nova-Liste.« ich kapiere nicht, was sie sich gedacht haben. Shit, echt. Polizeihubschrauber abschießen und den ganzen Mist. Und Kohle haben sie auch keine abgestaubt. Alles voll unnötig. Ich habe keine Wahl. Ich brauche dich bei dieser Sache, Ajir. Und was ist mit Miran? Der scheint doch mindestens genauso tief in der Scheiße zu stecken wie du. Das stimmte. Miran hatte hundertmal angerufen seit dem Abend, an dem Adnan Dreck mit Jugo-Urin gefressen hatte. Adnan hatte ihn jedes Mal weggedrückt ihm war klar, dass Midan auch Besuch bekommen hatte. Er hatte keinen Bock, mit einem hysterischen Araber auf Drogen zu reden. Seit er im Knast gesessen hatte, hing Midan an der Nadel. Vorher hatte er ab und zu mal auf Partys eine Lein gezogen, genau wie Adnan. Aber irgendeine Kacke war da hinter den Gittern passiert. Midan hatte nie erzählt was, aber er hatte seither Nerven wie ein Weibsbild, zuckte zusammen, wenn jemand nieste. Midan ist dabei. Aber du weißt ja, wie er ist, wir müssen mindestens zu dritt sein. Hadjir schüttelte den Kopf. »Ich muss mich gerade rar machen, Mann.« »Warum?« Hadjir zögerte kurz. »Ich hab da was am Laufen mit ner Braut.« Adnan atmete auf, wenn's nur das war. »Es ist was Ernstes.« »Pause.« »Ich bin verliebt.« Adnan stand der Mund offen. »Verliebt? Hadjir?« Er starrte stumm zu Boden. Hajir sagte auch nichts. Hajir in love. Wenn er nachdachte, erschien das nur logisch. Hajir hatte sich in letzter Zeit anders benommen, hatte irgendwie vor Energie gesprudelt, positiv in allem. Adnan fragte, in wen? Er war auf einmal neugierig. Vielleicht kannte er sie. Er lachte laut und schlug Hajir brüderlich mit der Faust gegen die Schulter. Jetzt komm schon, erzähl. Isabella Todos. Adnan starrte Hadjia an. Du hast sie doch nicht alle verdammte Scheiße. Ich kann's nicht ändern. Isabella Todos. Die Ex-Braut des Gorillas. Vermutlich die heißeste Lady südlich vom Süden. Hatte sie nicht sogar einen Balk mit dem Gorilla? Das hier konnte ein richtig fettes Problem werden. Weiß er davon? Ja. Sandra hat ihm gesagt, dass ihre Mama mit einem anderen Mann im Bett gelegen hat. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Theater war? Wie alt ist sie? Die Kleine meine ich. Vier. Oh, scheiße ihr Pass bei diesem Dreckskerl auf, mit dem es nicht zu Spaßen, ernsthaft. Adnan war nun klar, dass in den Tritten des Gorillas nicht nur der Zorn über ausgebliebene Kohle enthalten gewesen war, die Gefühle des Gorillas waren verletzt. Er hatte Herzschmerz. Sogar Jugos hatten Emotionen. Und dafür hatte Adnan extra bezahlt. Hajirs Augen funkelten, als er erzählte, wie sie sich kennengelernt hatten, wie lange sie schon zusammen waren, hörte nicht auf, von der vierjährigen Sandra zu reden. Adnan begriff, dass Hajir verloren war, in Romantik gefangen. Aber Adnan würde nicht so leicht aufgeben. Er brauchte Hajir wirklich. hadjir war erfahren und verlässlich. Miran hingegen eine Notlösung. Amanda hatte sich nur aus einem einzigen Grund bei der Polizeischule beworben, diesen Grund nannte sie beim Bewerbungsgespräch natürlich nicht. Als die obligatorische Warum wollen Sie Polizistin werden Frage kam, formulierte Amanda ihre Antwort so, dass sie perfekt in den Rahmen dessen passte, was eine aufrichtige, angehende Polizeianwärterin denken und meinen sollte. Weder nach links noch nach rechts hervorstechen. Nein, sie hatte noch nie geklaut. Nein, sie hatte noch nie Drogen ausprobiert. Ja, sie würde ihren Kollegen anzeigen, wenn er Muhammad Abdullah mit Scheiß Kanaka anschrie. Ja, sie fand es vollkommen okay, wenn schwedische Polizisten einen Turban oder einen Schleier trugen. Yes, entarmen, Halleluja! Sie hatte sogar erwogen, so zu tun, als wäre sie lesbisch. Was aber unnötige Schauspielerei gewesen wäre. So oder so würde man sie annehmen. Sie hatte sich sorgfältig vorbereitet. Die harte Arbeit würde später folgen. Die drei Jahre an der Polizeischule waren problemlos verlaufen, sie begab sich auf ein mittelmäßiges Niveau, um mit der Masse zu verschmelzen, bestanden oder gut bestanden in den meisten Fächern. Gemocht von den meisten, einige waren hervorragende Talente, andere eher zweifelhaft. Sie trainierte mit ihren Klassenkameraden, machte Gruppenarbeiten, feierte. Fand eine kleine Wohnung in Rosunda zur Zwischenmiete, das musste vorübergehend reichen. Mit dem mickrigen Gehalt gab es nicht viele Alternativen. Amanda hatte ihr Leben lang in Finsbon gelebt, einem kleinen Ort in Österjötland. Sie hatte eine relativ anormale Familie, zumindest für gegenwärtige schwedische Verhältnisse. Mutter, Vater und Schwester, die Eltern nicht geschieden. Amanda hatte stets zu ihrer Schwester Sanna aufgesehen, die zwei Jahre älter war. Amanda durfte oft mit ihr und ihren Freunden mitkommen, meistens vermutlich weil Sanna zu lieb war, um es ihr zu verbieten. Um Sanna roch es ständig nach Abenteuer. Sie kam mit den beliebtesten Typen zusammen, brachte Amanda mit deren Kumpel in Kontakt. Als Sanna mit 20 nach Stockholm zog, brach die Familienidylle auf. Es geschah langsam und schleichend. Anfangs reiste Sanna oft nach Hause. Nach einer Weile kam sie nur noch, wenn ihre Mutter sich lange genug beklagt hatte. Schließlich kam sie überhaupt nicht mehr. Und Amanda merkte, was vor sich ging. Die Drogen hatten Sanna in einen anderen Menschen verwandelt. Ihre Launen glichen einer Achterbahn. Amanda sah alle Anzeichen. Ihre Eltern verdrängten es. Die Anrufe wurden immer seltener. Am Ende kamen nur noch ein paar pflichtschuldige SMS. Dann folgte dieses Gespräch mitten in der Nacht, bei dem Sana von der Vergewaltigung erzählt hatte. Danach ging sie nicht mehr ans Telefon. Ein paar Tage später nahm Amanda den Zug in die Hauptstadt. Sie sagte ihren Eltern nichts, wollte ihnen nicht unnötig Sorgen bereiten, wusste, dass etwas nicht stimmte. Sie öffnete die Wohnungstür mit einem Schlüssel, den sie bei ihrem letzten Besuch mitgenommen hatte. Das war über ein Jahr her. Sie begriff sofort, was geschehen war. Eigentlich hatte sie es die ganze Zeit gewusst. Die Post lag auf einem Haufen hinter dem Briefschlitz. Sie stieg darüber hinweg, sah, dass die Lampe im Wohnzimmer brannte. Draußen herrschte strahlender Sonnenschein. Hörte Bob Marley mit seiner schunkelnden, benebelten Stimme No Woman No Cry singen. Das war Sannas Lieblingslied. War die Stereoanlage auf Repeat eingestellt? Der Gestank, der sich in ihre Nase bohrte, war neu für Amanda, aber nicht misszudeuten. Der Tod hatte seine ganz eigene Duftnote. Sie ging weiter ins Wohnzimmer und setzte sich neben Sanna, die auf dem Sofa lag, nahm ihre Hand. Sie war kalt und schief im Ellbogen hing eine leere Spritze. Auf dem Tisch befanden sich verschiedene Medikamente, manche noch in den Schachteln, andere auf dem Tisch verteilt oder mit diversen Getränken vermischt. An der Menge erkannte Amanda, dass es Sanna nicht nur um einen Hilferuf gegangen war. Die Absicht war klar. Als Backup hatte Sanna eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und um den Hals festgezogen. Die Plastiktüte war durchsichtig und hatte einen schwarzen Aufdruck Stadium. Amanda saß eine Ewigkeit stumm da, hielt Sannas Hand, dachte nach. In ihrem Kopf rauschte es. Die Wahrheit war zu schmerzhaft, um akzeptiert zu werden. Sie ging wie in Trance in der Wohnung umher, suchte nach etwas, wusste nicht nach was. Ein Gedanke kam immer wieder: Jemand war verantwortlich dafür. Sanna, ihre geliebte Schwester, die vor Leben und Energie gesprudelt hatte. Das Abenteuer selbst gab es nicht mehr. Die Obduktion bestätigte Amandas Annahme. Sanna war an Sauerstoffmangel gestorben, verursacht durch die Plastiktüte um ihren Kopf. Ohne die Plastiktüte wäre es auch passiert. Die Tabletten hätten ausgereicht, zehn Erwachsene umzubringen. Die Obduktion bestätigte auch Sannas vorhergehenden Drogenkonsum. Den Bezeichnungen nach zu urteilen, waren Kokain, Amphetamine und Ecstasy durch sie hindurchgeströmt. Sie wog zehn Kilo weniger als zu dem Zeitpunkt, als sie ihr Zuhause verlassen hatte. Ihre Eltern konnten es nicht fassen. In ihrer Welt war Sanna die perfekte Tochter. Sannas Leben in Stockholm war ein anderer Planet, in einem anderen Sonnensystem. Amanda litt mit ihren Eltern. Sie hatte rasch entschieden, was zu tun war. Dieser Entschluss war bereits damals in Sanas Wohnung gereift. Im Laufe der Zeit wuchs die Überzeugung, dass die Entscheidung richtig war. Sie würde mit den wenigen Indizien anfangen, über die sie verfügte. Die Bewerbung für die Polizeischule war der erste Schritt auf dem Weg zur Wahrheit, der Wahrheit über Sannas Tod. Jemand würde die Verantwortung tragen müssen. Magnus war mit der Arbeit fertig für diesen Tag. Seine Gruppe hatte drei Räuber und zwei Vergewaltiger Ding festgemacht. Drei von ihnen saßen in Untersuchungshaft und bei den beiden anderen hatte er aufgrund ihres Alters dafür gesorgt, dass das Jugendamt sie zwangseinweisen ließ. Er war mehr als zufrieden. Ein, es konnte Magnus sämtlichen Garnoven in seinem Bezirk versichern. Wer vom Raubdezernat erwischt wurde, brauchte sich über seine nähere Zukunft keine Gedanken zu machen. Magnus verließ das Polizeigebäude und blickte zu seinem Audi, der auf der anderen Straßenseite geparkt war. Er war mächtig stolz. Manche Kollegen hatten ihren Neid nicht verhehlen können, als er ihn das erste Mal vorgeführt hatte. Er sah zur Windschutzscheibe auch heute keinen Strafzettel. Es lohnte sich, es darauf ankommen zu lassen. Parken kostete sonst 35 Kronen am Tag, der reinste Diebstahl. Er hatte noch immer keine Antwort von Amanda. Inzwischen waren drei Tage vergangen und er war richtig sauer. Jetzt würde er zu ihr fahren und klingeln. Ihm war klar, dass das allen Prinzipien zuwiderlief, aber die Gedanken raubten zu viel Energie. Ihre Wohnung lag in Rosunda, in einem mittelgroßen Gebäude mit Schotter in der Einfahrt. Er lauschte kurz, bevor er klingelte. Eine schlechte Angewohnheit nach unzähligen Hausdurchsuchungen. Er hörte nichts. Klingelte und lauschte erneut. Stille. Er öffnete den Briefschlitz und sah das Schuhregal zur Rechten, vollgestopft mit Stiefeln, Pumps und Halbschuhen. Wie konnte eine Person allein so viel Schuhe haben? Es drang noch immer kein Geräusch aus der Wohnung. Er verließ das Haus, setzte sich in den Wagen und wartete. Das war noch mehr gegen das Prinzip Er kroch im Staub. Es war ihm egal. Er überlegte, ob er auf dem Nachhauseweg Blumen für Pia kaufen sollte. Sie hatte in den vergangenen Tagen ein wenig mies gelaunt gewirkt und musste aufgemuntert werden. Fünf Minuten später sah er Amanda, wie sie angelaufen kam. Offenbar hatte sie eine Joggingrunde gedreht. Sie trug eine enge Laufhose und ein rosa T-Shirt. Gab es etwas Heißeres als eine Tide an einem durchtrainierten Körper? Umwerfend. Wäre er nicht so wütend auf sie gewesen, hätte er sofort einen Steifen bekommen. Er stieg aus seinem Wagen und musterte sie von oben bis unten, konnte nicht vermeiden, doch ein wenig geil zu werden. Er versuchte unberührt zu klingen. Du warst nicht zu erreichen, da habe ich mir gedacht, ich schaue mal vorbei. Ja, das ist lieb. Ich hatte in den letzten Tagen einen Haufen zu tun. Sie lächelte und stützte sich mit den Händen auf den Knien ab, atmete schnell und heftig. Sein Blick blieb an ihrem Ausschnitt hängen. Sie log. Für eine SMS fand man immer Zeit. Aha, was hast du denn gemacht? Gearbeitet, trainiert, Freunde getroffen, du weißt schon. Ich hatte einige Nachtschichten, bin ziemlich gerädert. Es war jetzt echt schön, ein bisschen zu laufen und richtig wach zu werden. Aber eine SMS hättest du schon schicken können. Sie lachte auf. Das klingt fast so, als würde dir unsere Affäre etwas bedeuten. War das so? Triffst du dich auch noch mit anderen oder was? Eifersucht stieg in ihm auf. Das geht dich nichts an. Solange du deine Frau hast, Magnus, kann ich tun und lassen, was ich will. Du hast also noch jemanden. Das habe ich nicht gesagt, ich bin Single. Und solange du vergeben bist, kann ich tun, was ich will. Bist du anderer Meinung? Was soll ich deiner Meinung nach machen? Pia nach 15 Jahren einfach sitzen lassen mit Haus und allem drum und dran? Tja. Mein Lieber, das ist eben dein Problem. Bei eurer schönen Beziehung wäre das wirklich schade. Versuchte sie, ihn lächerlich zu machen? Sie ging in Richtung Haustür. Kann ich mit draufkommen? Klar kannst du das, aber ich habe nicht vor, diese Diskussion fortzusetzen. Das hatte Magnus auch nicht. Er ließ sie auf der Treppe vorangehen, guckte ihr auf den Hintern, packte sie an der Hüfte, als sie die Tür aufschloss, drückte sich an sie. Sie roch nach Gucci Rush, ihrem Lieblingsparfüm. Schweißtropfen rannen von den blonden Strähnen herab, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hatten. Er schob eine Strähne beiseite und küsste sie auf den Hals. Es schmeckte nach Salz. Sexy. Wenn er nicht bald seine Unterhose auszog, würde sie platzen. Sie löste sich aus seinem Griff. Ich hab meine Tage. Du wirst dich beherrschen müssen. Magnus mit Explosionsrisiko. »Das geht schon. Wir nehmen halt die Dusche.« »Nein, ich habe keine Lust. Mir tut auch der Bauch weh. Und diese Diskussion eben war auch nicht gerade hilfreich.« Magnus versuchte es erneut, packte sie am Arm und zog sie an sich, drückte seinen Schritt gegen ihren Unterleib. »Spürst du Hör jetzt auf! Kapier auch mal, wenn jemand Nein sagt!« Sie riss sich los, ging ins Badezimmer und schloss die Tür hinter sich. Was soll das? Er starrte auf die Badezimmertür, gleich so eingeschnappt. Sie öffnete die Tür einen Spalt und antwortete: "Bin ich nicht, aber du musst lernen, auch mal mit einem Nein klarzukommen." Sie schloss die Tür wieder. Okay, vielleicht war sie doch nicht eingeschnappt, aber er wirklich verflucht geil. Scheiße. Als sein Schwanz sich wieder normalisiert hatte, setzte auch die Gehirntätigkeit wieder ein. Der Gedanke, dass sie vielleicht einen anderen kennengelernt hatte, wurde immer drängender. Es gab mehrere Warnzeichen. Sie hatte sich mehrere Tage lang nicht gemeldet, und jetzt wollte sie ihn kaum anrühren. Er sah ihr Handy, das sie auf den kleinen Tisch im Flur gelegt hatte, der Kopfhörer steckte noch drin. Sie hörte immer Musik, wenn sie joggte. Er überlegte. Sollte er es tun? Das hieße verdammt tief zu sinken, aber das Telefon lockte. Er hörte, dass sie noch immer duschte, nahm das Handy, öffnete den Ordner für eingegangene Nachrichten. Da waren mehrere SMS von einer Freundin, eine von ihm selbst. Er sah, dass sie die Nachricht auf jeden Fall gelesen hatte, ärgerte sich erneut, dass sie nicht geantwortet hatte, scrollte weiter. Adnan. Er starrte auf den Namen. Adnan? Traf sie einen scheiß Araber? Er öffnete die SMS. "Hi süße, wann sehen wir uns wieder?" Die Wut traf ihn wie ein Peitschenhieb. Er drückte die Nachricht weg, scrollte weiter nach unten. Wieder Adnan. Wie steht's? Will dich träfen. Er hörte, dass Amanda bald fertig war, riss ein Stück Papier von einer Zeitung ab, die im Flur lag, und schrieb die Nummer dieses Adnanschweins ab, legte das Telefon zurück, sein Herz schlug wild. Er versuchte so natürlich wie möglich zu wirken, als sie herauskam, sagte, dass er los müsse, noch etwas auf der Arbeit zu erledigen habe, Sie versuchte nicht ihn aufzuhalten und wirkte erleichtert, als er ging. Kein Wunder. Wenn sie in den letzten Tagen einen Araberschwanz in sich gehabt hatte, war sie ja bestens bedient. Die Eifersucht legte sich wie ein dichter Schleier über ihn. Magnus fuhr wieder zurück zur Arbeit. In den Büros des Raubdezernats brannte noch überall Licht. Er hörte Stimmen von nebenan. Auch die Jungs vom Morddezernat arbeiteten noch. Er ging rüber und sagte Hallo, erklärte, dass er noch was zu erledigen habe. Keiner stellte das in Frage. Sie waren es gewohnt, dass er in seiner Freizeit da war. Er war ja Chef. Er holte Adnans Handynummer hervor, versuchte es gar nicht erst über die Telefonauskunft. Ein Araber, der keinen Schimmer von korrekter Rechtschreibung hatte und eine Blondine fickte, war mit absoluter Sicherheit ein Krimineller. Und Kriminelle verwendeten nicht registrierte Kartentelefone. Er lockte sich in das zentrale Ermittlungsregister ein und tippte die Handynummer ins Suchfeld, landete sofort einen Treffer, klickte weiter. Adnan Nassimi. Geburtsdatum. Er rechnete rasch im Kopf. 29 Lenze. 13 Jahre jünger als er selbst. Magnus sah, dass der Araber in den meisten Registern vorkam. Der letzte Eintrag war kaum eine Woche alt. Widerstand gegen die Staatsgewalt und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Wagen beschlagnahmt. Ein Benz. Der Kerl hatte offenbar Kohle. Magnus las weiter und sah, dass der Benz nicht Adnan gehörte. Pech. Er pflügte weiter durch das Register. Der Araber hatte eine Menge auf dem Kerbholz, Raubüberfälle seit er vierzehn war, Misshandlungen, Erpressungen, mehrere Drogendelikte. Es gab Hinweise auf Überfälle auf Geldtransporte, aber man hatte ihm nichts nachweisen können. Der Araber hatte Verbindungen zu richtigen Schwergewichten. Ein paar davon hockten in Untersuchungshaft wegen des Überfalls auf einen Geldtransporter in Göteborg. Er hatte allerdings zum betreffenden Zeitpunkt eingesessen, vermutlich war er deshalb nicht bei dem Coup dabei gewesen. Falls doch hätte Magnus seinen Namen gekannt. Er und seine Männer hatten die Polizei von Göteborg bei Hausdurchsuchungen unterstützt, da die Bande aus Westeruth stammte. Organisierter Drogenhandel war der Grund, weswegen dieser Adnan für anderthalb Jahre ins Gefängnis gewandert war, vor knapp einem Monat war er freigelassen worden, und das Erste, was er gemacht hatte, war offenbar eine Braut aufzureißen. Magnus versuchte seine Wut zu beherrschen, suchte ein Passfoto heraus, das letzte war vor fünf Jahren aufgenommen worden. Magnus musste widerwillig zugeben, dass der Araber gut aussah, breite Kinnpartie und männliche Züge, Augenbrauen in Ordnung, nicht ineinander verwachsen wie bei den meisten von denen, gerade Nase. Seine Eitelkeit verleitete ihn dazu, auch die Fahndungsbeschreibung aufzurufen. 192 cm groß, muskulöser Körperbau, mehrere Tätowierungen auf dem Rücken und auf dem linken Unterarm. Auf solche Typen stand Amanda also. Groß, bullig, mit Tätowierungen auf dem halben Körper, Räuber, Dealer. Er nahm an, dass der Araber selbst nicht drogenabhängig war, sonst wäre er nicht in so guter Form. Vertickte wahrscheinlich das meiste, nahm ab und zu selbst was auf Partys, schluckte Anabolika. Seine heftige Eifersucht wunderte Magnus. Oder war er wütend? Ja, das war's wohl er. Er war wütend, weil Amanda ihn in diese Lage gebracht hatte. Was war, wenn jemand herausfand, dass seine Braut ihn mit einem Garnoven betrog? Eigentlich war sie ihm scheißegal, aber sie erniedrigte ihn. Dachte nur an sich selbst. Verdammte Hure. Das würde er nicht zulassen. Oder war sie so blauäugig und kapierte nicht, dass sie es mit einem Schwerverbrecher trieb? Konnte sie so bescheuert sein? Vielleicht. Wenn es so war, dann hatte er da einen Trumpf im Ärmel. Er saß noch zwei Stunden da und las alles über diesen scheiß Araber Adnan Nassimi. Adnan fuhr in das Parkhaus unter der Chister Galerie. Heute hatte er sich den Wagen seines Vaters borgen dürfen. Papa Hossein hatte natürlich wissen wollen, warum Adnan nicht Dias feinen Benz nahm. Adnan war vorbereitet gewesen und hatte erklärt, dass das Auto in der Werkstatt sei. Ärger mit dem Getriebe. Hossein hatte die Stirn gerunzelt, sich aber mit der Antwort zufrieden gegeben. Er hatte Adnan die Schlüssel seines treuen alten Jundais ausgehändigt. Dass Adnan keinen Führerschein besaß, versuchte Hossein vehement zu verdrängen. Er war zwar ein ehrlicher Mann, der Schwedens Gesetze befolgen wollte, aber dass sein Sohn nicht Autofahren dürfen sollte, war eine Schande, gegen die Hosseins Moral nicht ankam. Adnan ging die Treppen zur Galerie hoch, er hatte eine Aufgabe. Es gab drei verschiedene Läden, die sich für Raubüberfälle eigneten. Er wollte sehen, welcher am besten passte. Alles hing davon ab, wie viel Mann sie sein würden. Er ging in Richtung des Juweliergeschäfts gülfünd, sah eine blonde Frau von hinten, zuckte zusammen. Amanda? Sie drehte sich um. Nein, er war erleichtert und enttäuscht zugleich. Das wäre weder der Ort noch der richtige Zeitpunkt, sie hier zu treffen, er mochte keine Überraschungen. Beim letzten Mal hatte sie ihn heftig abgewiesen, er war mit der Erwartung eines netten Fix zu ihrem Date gegangen, stattdessen ein Spaziergang im Park und ein Kuss auf die Wange. Was für eine Zeitverschwendung. Aber dann war etwas Seltsames passiert. Sie tauchte überall auf. Sobald er eine blonde Braut sah, dachte er an sie und glaubte, es sei sie. Seine Neugier war geweckt. Er wusste, dass er sie noch einmal treffen musste. Gültfünd lag mitten in der Galeria am Food Court. Ein Nachteil wahnsinnig viele Leute. Er blickte auf das Meer von hungrigen Menschen, die dasaßen und mampften. Er bemerkte aber auch den Vorteil von güldfind das Juweliergeschäft lag an einem Zugang zum Parkhaus, wer auch immer die Lage des Geschäfts geplant hatte, er hatte nicht mitgedacht. Adnan ging hinein und sah sich um, trat zu einem Glaskasten, tat so, als würde er sich Verlobungsringe ansehen, versuchte aus den Augenwinkeln zu erkennen, ob es Kameras gab. Er fand zwei, eine über der Kasse und eine am Eingang. Das Geschäft war so klein, dass die Kameras vermutlich die gesamte Verkaufsfläche abdeckten. Sämtliche Schmuckstücke von Wert waren in Kästen eingeschlossen. Er sah, dass es nicht schwer sein würde, die Kasse mitzunehmen, allerdings würde deren Inhalt kaum der von Milodat geforderten Summe entsprechen. Bei dem Gedanken lief Adnan ein Schauer über den Rücken. Die Frist von einer Woche war bereits abgelaufen, und er wusste, dass sie ihn früher oder später finden würden. Beim Hinausgehen warf er einen Blick auf den Typen hinter der Kasse, ein Schwede über fünfzig. Vorher hatte ein jüngerer Kerl dort gestanden, mit flaumigem Schnurrbart. Vielleicht der Sohn des Mannes? Ihm wäre der Schnurrbart lieber bei einem möglichen Überfall. Er wirkte ängstlich. Würde sich vermutlich in die Hose pinkeln. Das nächste Objekt war Exchange. Adnan kam auf dem Weg dorthin am Café Momo vorbei, gab dem Eigentümer Sascha die Hand und drückte ihm sein Beileid aus. Saschas Bruder war vor etwa sechs Monaten erschossen worden. Ein Vergeltungsakt. Alle wussten, wer dahinter steckte, aber es war nicht zu beweisen. Die Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen hatten sich dadurch noch erhöht. Die Jugos, die Albaner, die Russen, die Araber, die Esten, die Gambier, alle wollten an die Macht. Adnan merkte an dem Gerede, dass sich ein Krieg anbahnte. Sascha schien sich zu freuen, Adnan wiederzusehen, fragte, wie es im Knast gewesen war, wollte ihn auf einen Espresso einladen. Adnan nahm dankend an, musste alte Kontakte pflegen. Sascha sah fertig aus und hatte bestimmt 15 Kilo abgenommen, seine Haare hatten graue Strähnen bekommen, obwohl er erst Mitte 30 war. Rechnete vermutlich ständig damit, dass auch ihm jemand eine Mündung an die Stirn hielt. Adnan stellte keine Fragen zu Saschas Bruder, hatte keine Zeit für eine lange Geschichte. Der Stress setzte ihm zu. Sein Bein wippte rhythmisch unter dem Tisch. Er nutzte den Moment, als Sascha Kunden bedienen musste, um seinen Anwalt anzurufen. Er hieß Johann Karlsson, einer der besten in Schweden. Johann hatte dafür gesorgt, dass er die Untersuchungshaft überlebt hatte. Johann meldete sich beim zweiten Klingeln, stets auf dem Posten. Hallo, Adnan. Hallo, ich rufe nochmal wegen dem Auto an. Wie läuft's? Klang er verzweifelt. Das wollte er auf keinen Fall. Ich habe gleich nach unserem letzten Gespräch Widerspruch eingelegt. Jetzt können wir nur warten, aber ich verspreche, dass ich mich dahinter klemmen werde. Johann war ruhig und geduldig wie immer. Fein, echt, fein. Wie lange wird das deiner Meinung nach dauern? Leider haben solche Fälle beim Staatsanwalt keine Priorität, aber ich werde tun, was ich kann. Rechne auf jeden Fall damit, dass es noch ein paar Wochen dauert. Vielleicht Monate. Monate. Adnans Unruhe nahm zu. Aber kriege ich ihn dann zurück? Was meinst du? Also, nachdem der Wagen sehr viel wert ist, wird zunächst einmal gründlich ermittelt, wer der Eigentümer ist. Die Polizei ist ja in ihrer Beurteilung davon ausgegangen, dass du es bist, da du ihn so oft benutzt hast. Andererseits ist er auf die Jahr zugelassen. Sollte der Wagen dir zugeordnet werden, dann wird vermutlich das Finanzamt ihn beschlagnahmen, weil du Schulden hast. Wird der Wagen die Jahr zugeordnet, bekommt er ihn zurück wenn nicht auch er verschuldet ist oder andere Zahlungen zu leisten hat. In Adnan's Ohren Pest oder Cholera. Er war am Arsch. Finito. Hallo, Adnan, bist du noch da? Ich bin geliefert, Johann. Ich bin total geliefert. Wenn der Wagen offiziell mir gehört, dann ist er also weg. Wenn er Diar gehört, kriegt er alles raus. Und der Wagen ist vielleicht trotzdem weg, wenn Diar beim Fiskus in der Kreide steht? »Ja, das ist gut möglich. Das Beste ist, wenn wir nachweisen können, dass du ihn nur ausgeliehen hast. Dann müssen wir hoffen, dass die Ja schuldenfrei ist. Ich werde das überprüfen.« »Ja, mach das.« Wieso hasste ihn das Leben so sehr? Er trank den letzten Schluck Espresso, bedankte sich bei Sascha, der ihn bat, doch bald mal wieder vorbeizuschauen. Adnan versprach es. Er ging weiter zu Exchange und hob ein wenig Geld vom Geldautomaten gegenüber ab – wollte nicht ohne Grund hineingehen, musste erst einmal von außen auskundschaften. Es lag günstiger als Gültfünd an einem Ausgang. Zwei schnelle Schritte und er war auf der Straße. Weg, bevor die Angestellten überhaupt kapiert hatten, was passiert war. Das Problem war das bruchsichere Glas. Außerdem war Exchange im vergangenen Jahr sicherlich dreimal ausgeraubt und die Sicherheitsmaßnahmen deswegen vervierfacht worden. Angeblich hatte das Personal geschlampt und bei einem der Überfälle den Safe offen gelassen. Adnans Hypothese? Insider. Könnte auch für ihn eine Alternative sein. Wenn er in dem Augenblick hinter den Tresen gelangte, in dem jemand den Safe öffnete, konnte er die Taschen mit diversen Währungen füllen. Er zählte vier Angestellte, schien immer mindestens eine Person im Hinterzimmer zu sein. Hier brauchte es eine entschlossene Attacke. Die Angestellten durften nicht einmal zu denken wagen, auf den Alarmknopf zu drücken. Er dachte über die nächste Alternative nach. Diese erforderte deutlich mehr Planung als die beiden anderen. Adnan ging ins Parkhaus hinunter und setzte sich in Hosseins Liebling. Saß eine Weile da und starrte durch die Scheibe auf die Safe-Tür in einer Ecke. Dahinter landeten die Geldbündel, die aus den Läden der Galerie in Boxen vom oberen Stockwerk heruntergeschickt wurden. Sie glitten durch einen Tunnel, landeten genau dort, worauf Adnans Blick jetzt drohte. Er durchdachte die Möglichkeit, den Safe aufzubrechen, mit einem Brecheisen kaum machbar, außerdem dauerte es zu lange. Sie wären gezwungen, den Geldtransporter anzugreifen, genau im richtigen Moment. Adnan ließ das Geschehen vor seinem inneren Auge ablaufen, er sah sich selbst in dunklen Klamotten, die Sturmmaske übers Gesicht gezogen, brüllend wie ein Irrer mit einer Kalaschnikow, die auf die überrumpelten Wächter gerichtet ist, sie zu Boden zwingend, alle Scheine in eine Hockeytasche packend, spurlos verschwindend mit der größten Beute in der Geschichte Schwedens, er würde zu einer Legende. Alle würden ahnen, dass er es war, aber niemand würde es wirklich wissen. Er verdrängte das größte Hindernis. Midan und er nicht die richtige Konstellation für diese Mission. Adnan erwachte aus seinen Träumen und verließ das dunkle Parkhaus, fuhr hinaus ins Tageslicht. Es war erst drei Uhr, er überlegte, welche Leute er hinzuziehen sollte, man konnte sich auf niemanden verlassen. Er entschied sich für Vincent und fuhr in Richtung Stadtmitte. Den musste er so oder so treffen, sehen, ob er ihm etwas Knete bieten konnte. Adnans Sozialhilfe gestattete keine unerwarteten Ausgaben, es war die reinste Erniedrigung, reichte kaum für die Miete. Er wohnte in Dias Wohnung, völlig aussichtslos mit seinem Lebenslauf eine eigene zu finden. Wenn er so nachdachte, hatte er Diar viel zu verdanken, andererseits er blechte für die Miete, während der Kerl im Knast saß. Er näherte sich einem von Vinzen's Etablissements in der Kungsgottan, parkte aber eine Straße weiter, wollte nicht, dass jemand seine Karre sah. Im Restaurant sammelte ein Mädchen in schwarzem Minirock die Teller vom Mittagessen ein. Sie war gestresst und antwortete kurz, dass Vincent unterwegs sei. Adnan könne gern warten. Das war wohl das sinnvollste. Er hatte keine Telefonnummer von Vincent. Der Typ wechselte seine Nummer mindestens einmal pro Monat. Adnan ahnte, dass er in zwielichtige Geschäfte verwickelt war, aber er fand trotzdem, dass Vincent es übertrieb. Der Kerl war krank. Vincent war der Boss vom Stüdeplan. Besaß drei der größten Clubs und mehrere kleine. Brauchte nur mit den Fingern zu schnippen, um zu bekommen, was er wollte. Oder wen er wollte. Alle sahen zu Vincent auf. Die Hipster, die Bräute, die Stars. Alle krochen ihm in den Arsch. Er organisierte die Feste, auf die es sich zu gehen lohnte. Partys für Stars, Filmpremieren, Kokspartys, Partys mit Luxusbräuten. Bevor Adnan in den Bau gewandert war, hatte er bei Vincent an der Tür gearbeitet. Nicht das Türstehen an sich hatte gelockt, sondern die positiven Nebeneffekte: Blondinen, Brünette, Rothaarige, Scheine zugesteckt von Wannabys, die in der Warteschlange gesehen werden wollten. Der Status, ein krasses Kontaktnetz, die Kokslieferungen rotierten so schnell, dass Adnan kaum mit dem Tütchenfüllen hinterherkam. Aber das war Vergangenheit. Er hatte sich selbst geschworen, nie mehr zu dealen. Zu hohes Risiko. Anderthalb Jahre im Knast waren anderthalb Jahre zu viel. Er hatte oft darüber nachgedacht, was schiefgegangen war. Miran und er hatten über einen längeren Zeitraum hinweg kleine Portionen verkauft. Das Geschäft lief und die Kohle floss. Dann wollte Mr. Krajewitz, dass sie zwei Kilo vertickten. Der Jugo hatte einen neuen Kontakt gefunden und schien Unmengen ins Land schmuggeln zu können. Adnan und Miran waren nach den Erfolgen zuvor übermütig geworden, nahmen den Deal an. Als sie das Material in Mirans Wohnzimmer abwogen, dröhnte es an der Wohnungstür wie bei einem Erdbeben. Adnan schnallte sofort Bullen. In Sekundenschnelle hatte er sich im Badezimmer eingeschlossen, spülte wie ein irrer weißes Pulver die Toilette hinunter, spülte noch einmal, spülte hysterisch, fluchte über das verdammte Wasser, das nicht schnell genug nachfloss. Miran reagierte nicht so gut und schaffte es, eine Tüte aufzuschneiden und aus dem Fenster zu werfen. Die unten stehenden Bullen waren mitten im Schneetreiben gelandet und hatten wohl auch die ein oder andere Prise abbekommen. Adnans schnelle Reaktion hatte sie vor einer zehnjährigen Gefängnisstrafe bewahrt. Das Koks, das die Drogenfahnder retten konnten, brachte Adnan und Miran für anderthalb Jahre hinter Gitter. Als Bonus obendrauf eine fette Schuld beim Jugoschwein. Den Polizeiberichten zufolge hatten die Fahnder, mehr oder weniger zufällig, einen Mann dabei beobachtet, wie er in Midans Gebäude gegangen war, um fünf Minuten später durch die Kellertür wieder herauszukommen. Dies hatte den Verdacht auf Drogenverkauf genährt, und sie hatten den Mann angehalten und durchsucht. In einem Strumpf fanden sie eine Tüte mit Kokain. Weitere Ermittlungsarbeit hatte ergeben, dass der Mann kurz zuvor Midans Nummer angerufen hatte. Das hatte gereicht. Verdacht auf Drogenhandel und Hopp. Sie stürmten in Nullkommanix die Wohnung. Es stimmte, dass kurz zuvor ein Mann zu Medan gekommen war und Koks gekauft hatte. Adnan würde diesen 20-jährigen Typen mit seinen nach hinten gegelten Haaren nie vergessen. Aber dass die Fahnder den Kerl rein zufällig bemerkt hatten, war mehr als unwahrscheinlich. Da war die Chance größer, einmal eine Prinzessin ficken zu dürfen. Der Polizeibericht war getürkt. Davon war Adnan überzeugt. Er konnte nur nicht erkennen, in welcher Hinsicht. Nachdem er fast zwei Stunden lang in Vincents Restaurant gewartet hatte, gab er auf. Frage, was hatte diese Obertunte Vincent nur für einen Mist am Laufen? Es hatte geklappt, wie Amanda es sich gedacht hatte. Sogar noch besser. Sie hatte sich einfach ein paar Tage lang nicht bei Magnus gemeldet und schon hatte ihn sein Kontrollbedürfnis überwältigt. Es war so einfach mit Männern wie Magnus. Amanda hatte die SMS von Adnan gespeichert, wollte, dass Magnus sie las, und sie wusste, dass er es auch gemacht hatte, das Handy lag nicht mehr so auf dem Tisch, wie sie es hingelegt hatte. Sie war froh, dass er ihre Wohnung so schnell verlassen hatte. Wie sie alle anderen geiler Magnus Erlebnisse in den vergangenen sechs Monaten überlebt hatte, wusste sie selbst kaum. Sie war eine Expertin darin geworden, Gefühle auszuschalten, dachte an etwas anderes, wenn sie die leidenschaftliche Liebhaberin spielte. Danach rauschten Übelkeit und Ekel wie ein Sturzbach durch sie hindurch. Der Gedanke an Sanna trieb sie jedoch immer weiter. Warum hatte Magnus Blomberg das Ermittlungsverfahren zu der von Sanna angezeigten Vergewaltigung eingestellt? Warum hatte er ihre Aussage nicht ernst genommen? Amanda hatte den Brief in der Post vor Sannas Tür gefunden, eine Kopie der Anzeige, von der Sanna am Telefon gesprochen hatte. Was hatte sie noch einmal gesagt, dass Amanda ihr nicht glaube, genau wie dieser Polizist? Sie hatte die Anzeige mehrmals gelesen, sie war kurz gefasst. Es stand nicht einmal darin, was genau passiert war, nur dass es in einer Bar in Stockholm stattgefunden hatte. Das war merkwürdig. Amanda hatte den Eindruck gehabt, dass Sanna den Täter kannte. Warum stand das nicht in der Anzeige? Dann hatte Amanda Sannas Tagebuch gefunden. Erst wollte sie es auf dem Bett liegen lassen, ohne es anzurühren. Dann öffnete sie es und fing an zu lesen. Die Umstände gaben ihr die Erlaubnis. Sie überflog die Einträge, die ein paar Jahre zurückreichten. Der anfangs leichte Ton schwand, je näher sie dem Ende kam. Die Worte drückten immer mehr Angst und Verzweiflung aus. Dann kam Amanda zu dem Vorfall, der die Vergewaltigung gewesen sein musste. Es stand nichts Konkretes da, aber Sanna war wütend, enttäuscht, fürchtete sich. Das war klar zu erkennen. Sie schrieb, dass sie ausgenutzt worden sei, dass die Polizei sich weigere, sie anzuhören, dass es so schade um den Pavian sei. Unzusammenhängende Sätze. Amanda hatte das Tagebuch seitdem mehrmals gelesen, hatte niemandem davon erzählt, nicht einmal ihren Eltern. Sie suchte nach einer Antwort. Warum hatte ihre Schwester sich das Leben genommen? Warum hatte die Polizei nicht geholfen? Amanda hatte noch in derselben Woche bei der Polizei angerufen und gefragt, ob es mehr Informationen gebe als in der Anzeige. Die weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung hatte geantwortet, die Anzeige sei leider zugangsbeschränkt. Nur Leute mit einer entsprechenden Befugnis dürften Vernehmungsprotokolle und ähnliches lesen. Eine solche Befugnis habe sie selbst nicht. Amanda fuhr persönlich zur Polizeistation. Leider nein, die Anzeige sei zugangsbeschränkt. Sie bat, mit Magnus Blomberg sprechen zu dürfen, aber da er im Schichtdienst arbeitete, war es schwierig, ihn zu erreichen. Stattdessen hinterließ sie ihre Telefonnummer, damit er sie kontaktieren konnte, aber er meldete sich nie. Als sie ihn nach mehreren Wochen endlich erreichte, war er alles andere als entgegenkommend. Die Anzeige sei zugangsbeschränkt, Schluss aus. Er habe keine Voruntersuchung eingeleitet, weil es zu wenige Anhaltspunkte gegeben habe. Amanda erklärte ihm, dass Sanna tot sei, dass sie sich kurz nach der Anzeige bei der Polizei das Leben genommen habe. Es wurde eine Weile still, dann murmelte er ein paar Worte des Bedauerns. Leider gebe es nichts, was er tun könne, um ihr zu helfen. Er legte auf. Amanda saß da, den Hörer noch am Ohr, und war überzeugt, dass er deutlich mehr wusste, als er erzählen wollte. Amanda begriff, dass sie nicht weiterkommen würde, wenn sie nicht bereit war, alles auf eine Karte zu setzen. Sie war gezwungen, eine von ihnen zu werden, eine Polizistin. Sie würde diesem Magnus Blomberg auf die Pelle rücken, ihn von A bis Z durchleuchten, aber vor allem herausfinden, wen er schützte. Als sie nach drei Jahren die Polizeischule absolviert und einen Platz im Polizeirevier von Westeroth bekommen hatte, war Magnus Blomberg mittlerweile zum Kommissar im Raubdezernat befördert worden. Sie bemühte sich, dass er sie so bald wie möglich bemerkte, er war extrem charismatisch und nach außen hin sehr selbstsicher. Eine Führungsfigur, zu der alle Kollegen aufsahen, die angehört und bewundert wurde. Sie lachten über seine Scherze, er drückte andere herab, um sich selbst zu erhöhen. Es wunderte sie, dass niemand dieses Spiel durchschaute, aber sie würde seine schwachen Punkte ausnutzen. Der völlig verängstigte Junge stand stumm im Arrestzimmer zwischen zwei Polizeiinspektoren, die im Vergleich zu ihm riesig aussahen. Die Kollegen nahmen ihm die Handschellen ab und setzten ihn auf eine Bank. Er rieb sich die roten Handgelenke und sah unglücklich aus. Der Einsatzleiter, an diesem Tag Bengt Thürmann, stellte die üblichen Fragen. Wie heißt du? Wie alt bist du? Haben dir die Polizisten gesagt, weshalb du hier bist? Du wirst bis zur Vernehmung in einer Zelle eingeschlossen, nimmst du irgendwelche Medikamente, die du dringend benötigst? Wie geht es dir sonst? Keine Depression? Selbstmordgedanken? Der Junge wirkte verwirrt. Magnus hielt sich im Hintergrund und überließ die Leibesvisitation seinen Kollegen, nicht weil er faul war. Es handelte sich um einen taktischen Zug. Er würde der gute Polizist sein, der Polizist, der dem Jungen aus der Patsche half. Erst musste der Kleine aber ein wenig in der Zelle schmoren, Zeit haben, darüber nachzudenken, wie sein Leben gerade den Bach hinunterging. Eine Stunde später steckte Magnus den Schlüssel in das Schloss der Zellentür und trat ein. Es roch muffig in dem Raum, der Gestank von Schweiß. Der Junge war definitiv weich gekocht, bereit für eine Bearbeitung. Hallo, ich heiße Magnus Blomberg. Dachte, wir unterhalten uns ein bisschen. Der Junge schielte unter seinen dunklen Wimpern hindurch. Ich verstehe nicht, warum ich hier bin. Du bist vorläufig festgenommen wegen Raubs und da du hier sitzt, wird dir klar sein, dass wir einiges haben, was gegen dich spricht. Was denn? Das werde ich dir nicht sagen. Du kannst selbst erzählen, was du an dem betreffenden Abend gemacht hast. Magnus ließ dem verwirrten Jungen kurz Zeit, die Worte aufzunehmen. Und sollte sich zeigen, dass du an diesem Abend etwas ganz anderes gemacht hast, bist du wieder frei. Dann »Wäre ich nicht mehr verdächtig?« »Genau.« Der Junge wirkte ein wenig beruhigter. »Ich hab echt nichts gemacht, Mann. Ich will ja Polizist werden. Da würde ich doch niemals jemanden ausrauben.« »Aha.« Der Junge wollte zur Polizei. Es wurde immer besser. »Du willst Polizist werden? Ja, dann hoffe ich, dass du dir nicht wegen eines bescheuerten Handys alle Zukunftschancen verbaut hast.« »Bestimmt nicht. Ich war das nicht.« »Du scheinst ein netter Kerl zu sein.« wenn es stimmt, was du sagst, dann sorge ich dafür, dass du ruckzuck wieder draußen bist. Können Sie das? Sobald mein Kollege Pontos die Vernehmung mit dir erledigt hat, werde ich mit dem Staatsanwalt reden. Sollte ich der Meinung sein, dass du unschuldig bist, hole ich dich raus. Versprochen. Und ich werde persönlich dafür sorgen, dir gute Referenzen zu geben, wenn du welche brauchst. Was? Ja, wir können nach dieser Sache in Kontakt bleiben. Ein bisschen bequatschen, was in der Stadt vor sich geht und so. Gerunzelte Stirn. Soll ich andere verpfeifen? Sie ist nicht als Verpfeifen. Irgendjemand tut etwas, was unter aller Kanone ist, schlägt eine alte Frau nieder oder so. es nicht verdammt gut, den Typen dafür dran zu kriegen? Sowas bringt Pluspunkte, wenn du dich bei der Polizeischule bewirbst, musst du wissen. Eigeninitiative und Loyalität. Es geht nicht darum, jemanden zu verpfeifen. Es geht darum, schlau zu sein, und du bist doch ein kluger Kerl. Ja? Der Junge war reif. Ich werde dich bald mal anrufen. Und wir quatschen ein wenig. Äh, viel Glück jetzt für das Verhör. Erzähl genau, was du an diesem Abend gemacht hast, dann darfst du bald raus. Super. Ich lege meine Visitenkarte zwischen deine Klamotten. Brauchst dich nur zu melden, falls du irgendwelche Fragen hast. Magnus schlich aus der Zelle und hoffte, dass der Einsatzleiter ihn nicht sah. Bengan wurde sauer, wenn Magnus seine Häftlinge beackerte. Völlig gegen Bengans Prinzipien. Alles sollte den Gesetzesparagraphen entsprechen. Magnus' Prinzipien waren anders. Wollte man in dieser Welt etwas erreichen, musste man gelegentlich auf die Gesetze pfeifen und die Grauzone betreten. Er ging leise pfeifend davon, noch einen Informanten gesichert, und nicht irgendeinen, sondern Samir Nassemi, den kleinen Bruder dieses Scheißarabers Adnan Nassemi. Es war kinderleicht gewesen. Wenige Stunden zuvor war er zur Adresse der Familie Nassimi gefahren und hatte eine Weile im Auto gewartet. Es dauerte nicht lange, bis der kleine Bruder auftauchte. Magnus studierte sein Aussehen, seine Kleidung, fuhr zurück aufs Revier und wühlte in ein paar Raubfällen, die auf dem Schreibtisch lagen, fand eine Täterbeschreibung, die wunderbar auf Samir zutraf. Araber, 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 groß, normaler Körperbau, große Nase, buschige Augenbrauen, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und blauer Jeans. Magnus hatte den Staatsanwalt angerufen. Innerhalb einer Minute hatte er einen Strafbefehl. Zwei Stunden später hatte er den Schlüssel zu dem verfickten Adnan in der Hand. Adnan saß wieder in Papa Hosseins Schatz. Der Hyundai war in der vergangenen Woche zu einem zweiten Zuhause geworden. Der Hyundai im Parkhaus der Chista Galeria. Der Hyundai vor der Chista Galeria. Der Hyundai auf Rundkurs um die Chista Galeria. Adnan wollte die Abläufe der Geldtransporter herausfinden, schien aber unmöglich. Sie tauchten unregelmäßig auf. Er brauchte einen Insider. Jemanden, der den unlogischen Fahrplan der Transporter kannte. Fuck. Er war total auf diese Idee fixiert. Adnan stopfte das letzte Zimthörnchen in den Mund und knüllte das Papier zusammen, warf es auf den Boden vor dem Beifahrersitz. Dort sah es aus wie in einer Mülltonne. Zerknüllte Gummibärchentüten, Safttüten und Flaschen, Sandwichpapiere und McDonalds-Kartons. Er nahm eine Flasche Apfelsaft und schraubte den Verschluss ab, war kurz davor zu trinken, als er seinen Irrtum bemerkte. Die Flasche hatte er als Pessoir benutzt, um seinen Beobachterposten nicht verlassen zu müssen. Er warf sie aus dem Fenster bekam ein paar Tropfen auf die Finger ab. Zeit für eine Pause. Er hatte zu lange gearbeitet, sein Gehirn machte nicht mehr mit. Er lenkte den Hyundai in Richtung der Wohnung seiner Eltern in Tainster. Seine Mutter hatte ihn ein paar Stunden zuvor angerufen und gebeten, zum Abendessen nach Hause zu kommen. Sie strahlte wie eine Sonne, als er in die Wohnung trat. Adnan, mein Schatz. Sie nahm sein Gesicht in beide Hände, musterte ihn, gab ihm einen Kuss. Dann verfinsterte sich die frohe Miene ebenso schnell wieder. Erkläre mir bitte mal das hier. Sie reichte ihm einen geöffneten Brief. Die blaue Krone auf dem Kuvert verriet, dass er von den Bullen war. Verdammte Scheiße. Das war der Nachteil, wenn man bei seinen Eltern gemeldet war. Der Vorteil, schwieriger für die Bullen eine Hausdurchsuchung an seinem tatsächlichen Wohnort durchzuführen, bei dir ja. Adnan überflog den Brief. Uh, »Das ist nichts besonderes. Sie haben mich für eine Verkehrskontrolle angehalten. Warum bist du Auto gefahren? Seine Mutter sah noch finsterer drein. Mama, du weißt, dass ich Auto fahren muss. Es geht nicht anders. Was geht nicht anders? Du kannst die U-Bahn nehmen, wie alle anderen. Du hast keinen Führerschein. Du darfst nicht Auto fahren. Sie bedachte ihn mit einem zornigen Mutterblick. »Ich muss mich vor den Nachbarn schämen. Stell dir vor, wenn sie gesehen haben, wie wir die Post bekommen haben.« »Niemand sieht es, wenn wir die Post bekommen. Ganz ruhig, Mama.« Adnan ging ins Wohnzimmer. Perfekt aufgeräumt, wie immer. Seine Mutter war fantastisch. Er trug nicht das kleinste Staubkorn. Er sah seinen kleinen Bruder, der auf dem großen weißen Ledersofa flätzte, den Kopf auf ein Rüschenkissen gelegt, glotzte was mit amerikanischen Cops. Ungewöhnlich. Samir blickte ihn unter seiner Kappe hervor an. »Hi, alles klar? Hast du wieder Ärger?« Abnan überlegte, wie viel er erzählen sollte. Es war schön, vor seinem Bruder manchmal das Herz auszuschütten, obwohl dieser erst siebzehn war, aber die Anwesenheit der Eltern ließ das nicht zu. »Nein, nichts Besonderes, auch wenn die Bullen ständig hinter mir her sind.« »Die haben meistens einen guten Grund.« »Du, ich habe meine Strafe abgesessen.« Sie haben kein Recht, mich zu erniedrigen, sobald Sie mich sehen. Aber du weißt schon, dass man in Schweden einen Führerschein braucht, wenn man Auto fahren will, oder? Dieser Dreikäsehoch versuchte ihn zu belehren. Das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, mich die ganze Zeit anzuhalten. Gib Ihnen gar nicht die Möglichkeit dazu. Fahr doch da stattdessen mit der U-Bahn. Oh, nicht du auch noch. Adnan verzichtete auf eine Antwort. Samir fuhr fort. Nur ein Tipp vom zukünftigen Polizisten in der Familie. Er konzentrierte sich wieder auf den Fernseher. Hast du dir diese bekloppten Träumereien noch nicht aus dem Kopf geschlagen? Warum sollte ich? Es wäre doch geil. Ein Verbrecher und ein Polizist in der Familie. Du könntest mein Informant werden. Du hast sie doch nicht mehr alle. Er schleuderte ein Kissen auf Samir. Sein Bruder drehte heute anscheinend komplett am Rad. Aber Adnan würde alles für ihn tun, respektierte sogar die Tatsache, dass er auf die feindliche Seite wechseln wollte. Trotzdem würde das eine merkwürdige Situation in der Familie ergeben. War er neidisch? Ein bisschen vielleicht. Er wollte auch Hossein stolz machen, aber für Adnan war in dieser Hinsicht der Zug schon abgefahren. Der perfekte Sohn würde er nie sein, war er auch noch nie gewesen. Er hatte es gemacht wie seine Kumpel, angefangen wie die meisten, heimlich geraucht und gestohlen, bald waren Gras und Überfälle an der Reihe. Bevor er überhaupt richtig nachdenken konnte, stand er auf der Nova-Liste und wurde von der jugoslawischen Mafia gejagt. Vielleicht nicht gerade das idyllischste Leben, aber es war seines. Und er wollte um keinen Preis der Welt tauschen. Nur ein paar halbwegs geglückte Augenblicke wären nicht schlecht. Das Abendessen war reibungslos verlaufen, trotz des schlechten Starts. Das Couscous -Cous seiner Mutter war immer ein Erfolg. Er hatte vier Portionen davon gegessen. Adnan hatte erfahren, dass die Polizei Samir verhaftet hatte, aber dass es ein Irrtum gewesen war. Die Bullen waren sogar in die Wohnung gekommen und hatten im Zimmer seines Bruders herumgestöbert. Ihre Eltern waren noch immer aufgewühlt. Samir hingegen schien das Ganze nicht sehr mitgenommen zu haben. Er wirkte eher froh, einmal mit seinem Traumjob in Berührung gekommen zu sein. Bei seinem Bruder war wirklich eine Schraube locker. Adnan fuhr nach Hause in sein geheimes Nest. Eigentlich hätte er mit seiner Beobachtermission fortfahren sollen, aber er war müde. Hatte in letzter Zeit hart geschuftet, brauchte einen Kollegen, mit dem er sich die Arbeit teilen konnte. Und jetzt, wo seine Pläne langsam konkrete Reformen annahmen, erschien Midan noch mehr als Fehlbesetzung. War vielleicht mal an der Zeit, den Allgemeinzustand des Jungen zu überprüfen. Amanda stand vor dem Spiegel und bemalte sich die Wimpern mit Mascara, lachte über sich selbst, als sie ihre konzentrierte Miene sah, angespannter, offener Mund, aufgesperrte Augen. Es war bald drei Uhr nachmittags. Sie hatte in der Nacht gearbeitet und wanderte herum wie ein Zombie. Die Nachtschichten zehrten an ihr, deutlich schlimmer als sie es sich je hätte vorstellen können. Wie hielten das bloß ihre älteren Kollegen aus, die schon viel länger Schicht arbeiteten? Um sechs würde sie Vicky in Kungsholmen treffen. Sie hatten sich den ganzen Sommer über nicht gesehen. Vicky hatte zwei Monate lang als Aushilfe auf Gotland gearbeitet, damit die Kollegen dort auch Urlaub nehmen konnten. Amanda war neugierig, wie es ihrer Freundin ergangen war. Sie nahm die U-Bahn in Richtung Stadtmitte, die blaue Linie, tief unter der Erde. Sie war früh dran. Es war Zeit, sich mal mit Jensine zu unterhalten, Sannas Freundin und Friseurkollegin. Sie hatten im selben Salon gearbeitet. Sannah hatte oft von ihr gesprochen, wenn sie Amanda erzählte, was für spannende Dinge sie in Stockholm tat. Das erste und einzige Mal, dass Amanda sie bislang getroffen hatte, war Sannas Beerdigung gewesen. Jensine hatte ihr erzählt, wie sie sich im Salon kennengelernt hatten, dass sie viel zusammen weggegangen waren und gefeiert hatten. Beide waren ja Single. Sie konnte nicht verstehen, warum das passiert war. Sanna sei doch eine so fröhliche Person gewesen. Amanda hatte ihr gegenüber in Frage gestellt, ob Sanna wirklich Single gewesen war. Wer war denn dieser Adnan? Jensine hatte eine Weile nichts gesagt, dann aber erzählt, dass Sanna in der Tat mal mit einem Adnan ausgegangen war. Aber das war nie richtig etwas Ernstes geworden. Sana war jedoch sehr in ihn verliebt gewesen. Warum war Adnan nicht zur Beerdigung gekommen? Jensine hatte keine Ahnung. Wie hieß er weiter? Nassimi. Jensine hatte ein wenig zu lange gezögert, bevor sie es sagte. Amanda hatte sich damals mit den mageren Informationen zufrieden gegeben, hatte gemerkt, dass Jensine nicht bereit war zu reden. Die Umstände waren ja nicht gerade optimal. Auf Adnans Namen war Amanda im Tagebuch ihrer Schwester gestoßen. Er tauchte sehr oft auf. Sanna hatte nur Adnan geschrieben oder A. Ah. Manchmal Liebling. Sanna hatte Adnan ihr selbst gegenüber nie erwähnt. Warum? Amandas einzige Spur zu Adnan war seine Telefonnummer, die Amanda an jenem Tag in Sanas Handy gefunden hatte. Er war der letzte gewesen, den Sanna angerufen hatte. Die Nummer gehörte zu einer Prepaid-Karte und war nicht zurückzuverfolgen. Adnan Nassimi. Adnan Liebling Nassimi. Der Kerl, der es nicht ernst meinte. Der nicht zur Beerdigung seiner, wenn es mal passte, Freundin kam. Zur Beerdigung von Amandas toller, geliebter Schwester. Zorn. Amanda stieg an der Station Rathüset aus der U-Bahn und ging in Richtung Hoffentlich würden vier Jahre Abstand die Auskunftsfreude erhöhen. Als sie den Laden betrat, bimmelte ein Glöckchen über der Tür. Es roch nach Dauerwellmittel. Jensine stand im hinteren Ende des Raums. Sie drehte Lockenwickler in das Haar einer älteren Dame. Das Mädchen an der Kasse lächelte übertrieben fröhlich. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde gern einen Termin bei Jensine vereinbaren. Ich sehe mal, wann sie etwas frei hat. Sie blätterte in einem großen Kalender. Am besten rede ich mit ihr selbst. Sie nimmt sich nämlich oft extra Zeit für mich. Ach so, na klar. Das Mädchen ging nach hinten zu Jensine, redete mit ihr. Jensine blickte auf, lächelte erst, dann schien sie sich zu erinnern. Das Lächeln wirkte auf einmal künstlich. Sie legte die Schale beiseite und kam zu Amanda herüber. Mensch, hallo. Du bist doch Sannas Schwester, oder? Stimmt. Wohnst du jetzt in Stockholm? Ja. Amanda nickte und musterte Jensine, merkte, dass diese von dem etwas zu langen Schweigen verunsichert wurde. Und du willst einen Termin vereinbaren? Nein. Ich dachte, dass wir uns kurz unterhalten könnten. Am liebsten jetzt. Zögern. Hm. Aber ich habe nicht lange Zeit. Gleich kommt eine neue Kundin. Ich mache noch die Dauerwelle fertig und wir reden, während sie unter der Wärmehaube sitzt, okay? Amanda nickte, setzte sich und blätterte im Zeitschriftenstapel. Eine Viertelstunde später war die Kundin unter der Wärmehaube und Amanda und Jensine saßen im Personalraum. Jensine hatte ihnen Kaffee gemacht. Nun, ich nehme an, du willst ein bisschen über Sanna sprechen. Ja, es gibt zu viele Fragezeichen. Du weißt ja selbst, wie lebensfroh sie war. Es ist schwer, einen Strich unter die Geschichte zu machen, solange ich nicht verstehe, wieso sie es getan hat. Darüber zerbreche ich mir ständig den Kopf. Das warum? Ich verstehe das. Ich war auch schockiert. Wir haben uns ja im Prinzip jeden Tag gesehen. Ich hatte allerdings keine Ahnung, dass es ihr so schlecht ging. Ging es ihr schlecht? Ja, muss es wohl, wenn sie sich nun, sie war vermutlich ein bisschen dauernd wegen diesem Typen, aber deswegen hätte sie sich doch nicht das Leben genommen. Oder? Stimmt, Sanna war nicht so dumm. Sie stand mit beiden Beinen auf dem Boden. Hm? Mich würde interessieren, warum Sanna mit Drogen angefangen hat. Jensine saß da wie gelähmt. Erzähl mir bloß nicht, dass du keine Ahnung hattest. Hast du sie in die Scheiße hineingezogen? Die Bombe funktionierte. Ich? Ganz sicher nicht. Wer dann? Habt ihr auf Partys Drogen genommen? Schweigen. Amanda bohrte weiter. Ich will es nur wissen. Ich gebe dir keine Schuld, wenn ihr beide ab und zu was genommen habt. Sana war ja erwachsen, es war ihre Entscheidung. Ich will es nur wissen. Es kam schon mal vor, dass wir ein bisschen Schnee genommen haben, wenn wir auf der Piste waren. Aber nicht mehr als das. Und was ist mit diesem Typen, diesem Adnan? Hat er Drogen genommen? »Hatte er einen schlechten Einfluss auf Sie?« »Soweit ich weiß nicht. Ich habe ihn aber nur ein paar Mal gesehen, wenn wir aus waren.« Amanda beugte sich zu Jensine. »Du, ich weiß, dass Adnan Nassimi mit Drogen zu tun hatte und das nicht nur für den Eigengebrauch.« Amanda ließ die Worte kurz wirken. »Ich hoffe sehr, dass du nicht in der ganzen Sache drinsteckst.« Jensine war einen Tick blasser geworden. »Woher weißt du das über Adnan?« ich habe natürlich auch mit anderen Leuten gesprochen, aber ich will mehr von dir erfahren. Warum kannst du mir gegenüber nicht ehrlich sein? Das verstehst du nicht. Was soll schon passieren? Es weiß doch niemand, dass wir hier sitzen und uns unterhalten. Alles, alles könnte passieren. Was denn zum Beispiel? Jansine nahm einen Schluck von ihrem Kaffee, ihre Hände zitterten. Alles hat angefangen, als sie Adnan kennengelernt hat. Sie war hals über Kopf verliebt, tat alles für ihn. Er dagegen benahm sich total grob, tauchte nicht auf, wenn sie verabredet waren und so weiter. Kann mir vorstellen, dass sie nicht die einzige war, um es mal so zu sagen. Und was war mit den Drogen? Damals fing sie an. Adnan hatte immer was dabei, und ich habe es auch ausprobiert. Aber Sanna kam davon nicht mehr los, brauchte immer was. Ich konnte ab und zu was nehmen, um Spaß zu haben. Schließlich vernachlässigte sie die Arbeit. Die Kunden beklagten sich, und manchmal tauchte sie überhaupt nicht auf. Das klappte nicht. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich habe mit dem Mist aufgehört. Ich wollte halt nicht wie der letzte Junkie dastehen. Jensine erhob sich. Du, ich muss jetzt weitermachen. Wühle nicht zu viel in diesen alten Geschichten. Das wird dich nicht glücklicher machen. Sie ging wieder hinaus in den Salon. Amanda hatte nicht so viel herausgebracht, wie sie gehofft hatte, aber was sie seit Sanas Tod geahnt hatte, war bestätigt. Ihr war von Anfang an klar gewesen, dass Adnan kein Musterschwiegersohn war. Sein Strafregister war so lang wie eine halbe Magisterarbeit. Waffen, Gewalt, Kampfsportler. Die meisten Einträge betrafen Drogen, Überfälle und Verkehrsvergehen, aber es gab noch reichlich weiteren Stoff. Amanda hatte gesehen, dass er wegen Drogenhandels anderthalb Jahre abzusitzen hatte. Sie hatte ihn ständig im Auge, wusste, wann er Ausgang hatte, wusste, als er freigelassen wurde, ließ ihm einen Monat Zeit. An der Kühltheke im Supermarkt hatte sie letztlich zugeschlagen. Die Operation Adnan hatte begonnen. Vicky war bereits da. Sie saß auf der Terrasse und las Zeitungen, als Amanda ihr auf die Schulter tippte. Hi, meine Schöne, ist lange her. Vicky fuhr auf und umarmte sie stürmisch. Ja, aber jetzt bin ich wieder zurück auf dem Festland. Bestellen wir sofort, danach kannst du erzählen. Ich bin furchtbar hungrig. Klar, ich kann reingehen und du passt auf unsere Plätze auf. Das Übliche, oder? Vicky ging los. Yep, wieso was Neues ausprobieren? rief Amanda ihr nach. Es war schön, Vicky wiederzusehen. Sie war ganz die Alte wie immer hochmodisch gekleidet, lackierte Fingernägel und tadellos geschminkt. Sie hatten sich in Amandas Anwärterzeit kennengelernt, in der sie ein paar Monate in Vickys Zug verbracht hatte. Sie trafen sich regelmäßig, um den neuesten Klatsch durchzutratschen. Amanda blätterte in der Zeitung, ihr Blick blieb an einer Überschrift haften, Pavian gestohlen. Sie zuckte zusammen, las weiter. In der Nacht zum Freitag wurde ein Pavian aus dem Tierpark Kohlmorden entwendet. Die Polizei äußert sich bislang nur sehr zurückhaltend. Wir haben zurzeit noch keinen verdächtigen, aber es muss sich um mehrere Täter handeln, die sich gut mit diesen Tieren auskennen, sagte Jens Pilgrim, Sprecher der Polizei von Norwich. Ein Gedanke tauchte auf. Amanda drängte ihn beiseite. Unmöglich. Aber er kam zurück. War es nur Zufall? Sie las erneut die Überschrift. Sanna hatte etwas von einem Affen gesagt, der ihr Leid tat. Sanna hatte mit Bleistift einen Affenkopf in ihr Tagebuch gezeichnet. Gab es einen Zusammenhang? Sanna war vor vier Jahren gestorben. Endlich! Eine ewig lange Schlange! Und die Mädels an der Kasse sind bestimmt nur Sommervertretungen? Vicky kam zurück mit zwei Tellern Focaccia mit Schinken, Mozzarella, Rucola und Dijon Senf. Ich habe uns auch zwei Gläser Rosé mitgenommen. »Perfekt. Jetzt erzähl von Gotland. Das muss toll gewesen sein.« »Ja, kann man wirklich sagen. Ich hab die ganze Zeit gearbeitet, aber es hat sich trotzdem wie Urlaub angefühlt. Wiesbü ist ja eine so lauschige Stadt. Und ein paar Freunde kamen zwischendurch zu Besuch. Du hättest auch rüberkommen sollen.« hm, »Das wäre super gewesen. Aber ich hatte hier voll zu tun. Hab den ganzen Sommer durchgearbeitet.« »Amanda, du hältst doch mit was hinterm Berg. Hast du jemanden kennengelernt?« Ach, »Keine Zeit für sowas.« Amanda hatte nicht vor, von Adnan oder Magnus zu erzählen, und eigentlich log sie damit ja auch nicht. Die beiden waren kaum richtige Liebhaber, eher Aufträge. Aber du hast doch einen Kollegen kennengelernt, meintest du. Kam er nicht sogar aus dem höheren Dienst? Ja, aber das ist schon vorbei. Vicky sah düster drein. Was ist passiert? Um es kurz zu machen, wir haben uns im Munken kennengelernt, als ich mit einer Freundin dort war. Sie kannte Niklas von früher, deshalb kamen wir ins Gespräch, dann fingen wir an, uns regelmäßig zu sehen. Problem war nur, dass er noch verheiratet war. Ah, ein ganz kleines Detail, so ein Schwein. Du sagst es. Er hat immer wieder behauptet, dass sie sich schon lange getrennt hatten. Sie hatten nur noch nicht die Scheidung eingereicht. Na, logisch. Amanda verdrehte die Augen. »Ich weiß, was du denkst. Aber am Anfang glaubte ich ihm echt. Wir fingen sogar an, für die Zeit nach Wiesbü zu planen.« »Stammt er von Gotland?« »Nein, aus Stockholm. Er hatte den Posten auf Gotland nur angenommen, um Karriere zu machen und Erfahrungen als Polizeirat zu sammeln.« <laughs> »Wie alt! Polizeirat klingt alt.« »43. Elf Jahre Altersunterschied.« »Ein alter Typ!« Amanda lachte. »Du bist so jung und hübsch, du kannst dir die Kerle doch aussuchen.« Stimmt, ich bereue es ja auch wirklich, meine Energie für diesen Trottel verschwendet zu haben. Vicky sah ein wenig munterer aus. Vermutlich tat es ihr gut, darüber zu reden. Du kannst froh sein, dass du diese Dumpfbacke los bist. Darauf stoßen wir an. Vicky hob ihr Glas. Prost! Sie füllten ihre Weingläser im Laufe des Abends noch viermal nach und Vicky verriet noch intimere Dinge über sich und den Polizeirat. Allzu niedergeschlagen schien sie nicht zu sein. Amanda musste sich zusammenreißen, um den Geschichten ihrer Freundin zu folgen, was aber nicht am Wein lag. Es war die Zeitungsnotiz, die ihr nicht aus dem Kopf ging. Magnus saß an seinem Schreibtisch auf dem Polizeirevier und aß Schokolade. Marabou. 200 Gramm. Er war allein im Büro. Die anderen Stühle standen leer. Magnus Männer waren drüben im Arrest und bearbeiteten drei Ganoven. Es bestand die Gefahr, dass sie Überstunden machen würden. Aber sie mussten heute Abend allein zurechtkommen. Er hatte andere Pläne. Als offizielles Dienstende hatte er Pia 3 Uhr genannt. In Wirklichkeit war er um 23 Uhr fertig. Dazwischen Zeit für eigene Unternehmungen in der Stadt. Er holte sein Telefon hervor und tippte die Nummer von Samir Nassimi ein. Hallo? Ist dort Samir? Wer ist dran? Hier ist Magnus. Du weißt schon, wir haben uns neulich unterhalten im Arrest. Ah. Kannst du reden? Ein Moment. Perfekt. Wenn er warten sollte, dann hatte der Junge geschnallt, dass das Gespräch außerhalb der Hörweite neugieriger Ohren stattfinden sollte. Samirs Stimme kam zurück Hallo? Sie können dich einfach irgendwann anrufen. Ich bin meistens mit Kumpel zusammen, das kann fett schief gehen. Tut mir leid. Ist sonst alles klar? Alles bestens, warum fragen Sie? Wollte nur mal hören. Immerhin haben wir dich zu Unrecht beschuldigt. Ist doch das Mindeste, was ich machen kann, oder? Ich sollte eigentlich Schmerzensgeld kriegen. Tja, leider funktioniert das nicht so. Aber das Gute ist, dass du in Zukunft verdammt gute Referenzen für die Polizeischule kriegen kannst. Das sollte doch ein paar Stunden in Haft wert sein. Das müssen wir noch sehen. Ja, das werden wir. Wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Es ist eine Frage des Vertrauens. Ich muss spüren, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und du musst spüren, dass du dich auf mich verlassen kannst. Wenn du mir ein paar kleine Tipps gibst und sie stimmen, dann wird mein Vertrauen in dich wachsen. Und du wirst merken, dass alles unter uns bleibt. Ich halte immer dicht. Du bist viel zu wertvoll für mich. Ohne Leute wie dich wüssten wir gar nichts. Und solltest du irgendwann mitbekommen, dass etwas Größeres geplant ist, gibt es vielleicht auch ein bisschen was für dich zu verdienen. Würden Sie mich bezahlen? Na, wenn es sich um einen heißen Tipp handelt? Dann springt auch was für dich raus. Oh Mann. Magnus hörte, dass ihm der Junge endgültig ins Netz gegangen war. Sie waren alle gleich. Wenn sie herausfanden, dass sie Kohle bekommen konnten, verschwand der Zweifel in der Stimme. Wie soll ich das denn machen? Einfach anrufen, wenn ich was erfahre? Du meldest dich so schnell du kannst. Ich bin immer erreichbar. Und äh, speichere meine Nummer unter Maria oder so ab, um sicher zu gehen. Was ist mit der Kohle? Das sehen wir noch. Du musst erst einmal zeigen, was du drauf hast. Gib mir ein paar gute Hinweise, und du wirst merken, dass du ein hübsches Sümmchen dazu verdienen kannst. Äh, du, ich muss jetzt was anderes erledigen, wir sprechen uns. Ruf mich an, sobald was passiert. Magnus legte auf, dann stand er auf und schrie aus vollem Hals! Yes! Jetzt war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Fick-Araber wieder hinter Schloss und Riegel saß. Aber das Beste von allem, Amanda würde eine ordentliche Überraschung erleben und ihre Karriere würde einen kräftigen Dämpfer erhalten. Für Sex mit Ganoven gab es keinen Verdienstorden. Er war wie geplant von der Arbeit losgekommen und mit dem Wagen in die Stadt gefahren, hatte in der olof palmes geparkt, lief zu Fuß zur adolf Frederiks die Warteschlange vor dem Paradies war gigantisch, sogar die Schlange der VIPs war unglaublich lang. Er ging zum Türsteher vor und wurde sofort hineingelassen, sah die erstaunten Blicke der Wartenden. Blicke, die fragten, wer zum Henker ist das? fühlte sich auf einmal wie ein Schauspieler, wie Ola Rapaz. Streckte den Rücken durch und ging zurück zu einer blonden Barbie, die schon ziemlich lange zu warten schien. Hallo, meine Hübsche. Willst du mit rein? Magnus nahm sie beim Arm und nickte dem Türsteher zu, der sie sogleich durchließ. »Shit! Wie ging denn das jetzt? Ich stehe hier seit fast einer Stunde!« Das Mädchen war überglücklich. »Gut, dass ich aufgetaucht bin. Komm, ich lade dich auf einen Drink ein, meine Schöne.« Sie gingen durch große Glastüren und wurden von poppiger Discomusik empfangen. Magnus wurde vom Rhythmus gepackt. Riesige Scheinwerfer befeuerten die tanzenden Menschen mit wechselnden Farben. Sie orientierten sich in Richtung Bar. Magnus winkte, der Barkeeper erkannte ihn und kam sofort. Ja, bitte? Ein Bier. Und für die Dame einen Orgasmus. Sie kicherte. Magnus begutachtete sie von oben bis unten, ließ sie seine Blicke spüren, stellte fest, koviger Körper, nettes Lächeln, geile Augen. Bestimmt zwanzig Jahre jünger als er. Sein Organ wuchs. Er machte einen Schritt näher und legte ihr den Arm um die Hüfte. Und? Wie heißt so eine Schönheit wie du? Olivia. Hallo, Olivia, ich heiße Magnus. Er strich ihr über den Rücken. Bist du allein hier? Nein, meine Freunde sind noch draußen in der Schlange. Dann hast du mich ihnen vorgezogen. Kichern. Der Barkeeper kam mit dem Bier und dem Cocktail. Bitte schön, die Dame. Dein erster Orgasmus heute Abend. Er lachte laut über seinen eigenen Witz. Sie kicherte. Danke, danke. Sie standen eine Weile da, Magnus trank sein Bier und Olivia saugte ihr Getränk in sich hinein, er beobachtete, wie sich ihre Lippen um den Strohhalm schlossen, zum Irre werden. Er kam ohne Umschweife zur Sache. Du, ich finde, du siehst umwerfend aus. Warst du schon mal im VIP-Raum? Nein, hinter dem VIP-Raum gibt es noch ein Zimmer, sogar mit Dancefloor und abgetrennten Kabinen, in denen man ganz unter sich ist. Magnus zwinkerte ihr zu. Hysterisches Kichern. Ach, warum nicht? Ich muss mich vorher nur kurz mal frisch machen, wenn du verstehst, was ich meine. Olivia zwinkerte zurück. Nun pulsierte Magnus' Organ heftiger als die Musik. Er starrte auf ihren üppigen Hintern, als sie durch die Menge tanzender Menschen davonstöckelte. Nach zehn Minuten ging ihm ein Licht auf, total erniedrigt, weil er auf den einfachen Trick hereingefallen war. Wut überkam ihn, diese Hure konnte ihn mal. Er steuerte stattdessen allein auf den VIP-Raum zu. Warum vergeudete er seine Zeit mit kichernden Tussis? Der Türsteher ließ ihn mit einem Nicken durch, sagte etwas in sein Headset, auf der anderen Seite ruhigere R&B-Töne. Nicht viel los, es war noch zu früh. Die Berühmtheiten hatten sich noch nicht ins nächtliche Getümmel gestürzt und die Masse von Möchtegern Promis mitgeschleppt, die alles tun würden, um Zutritt zu diesem magischen Raum zu kriegen. Magnus stapfte weiter zu einem anderen Türsteher, der seine Tür wortlos für Magnus öffnete. Hier kamen nicht einmal die Berühmtheiten rein. Magnus hingegen hatte sich einen Freifahrtschein gesichert, der für immer galt. Hier war die Einrichtung anders als draußen. Moderne Loungegruppen aus schwarzem Kunstleder und stilechte Polster oder Inseln aus dreieckigen Kissen zum Drauflegen. Typisch Thai. Er blickte zu der kleinen Tanzfläche, zählte fünf Mädchen. Zwei räkelten sich an einer Stange, die anderen drei saßen auf Schaukeln und warteten, blickten herausfordernd zu Magnus, als er hereinkam. Ein paar Stufen weiter oben gab es mehrere Kabinen. Drei von ihnen waren geschlossen. Dort ging es zur Sache. Er begutachtete die schaukelnden Mädchen, zwei Blondinen und eine Brünette. Die eine Blondine war zu dick, die andere hatte kurzes Haar. Er entschied sich für die Brünette. Sie war groß und hatte schöne Kurven, langes, glänzendes Haar. Er ging zu ihr und packte die Schaukel, bevor sie wieder nach hinten schwingen konnte. Hi, wie heißt du? Sie musterte ihn. Rebecca. Komm, Rebecca. Er half ihr von der Schaukel und nahm sie bei der Hand, führte sie die wenigen Stufen zu den Kabinen hoch. Er wählte die letzte zur Linken, das war die größte. Er ließ sie zuerst eintreten. In der Kabine befand sich ein Bett, an der Decke war ein Spiegel, und über dem Bett hing eine Art Gurt. Er hatte den schon einmal ausprobiert, das Mädchen um seinen Schwanz gedreht. Hammer. Er schloss die Tür und sperrte ab, öffnete sie erneut und schloss sie wieder, sperrte ab und rüttelte kurz daran, um sicher zu gehen. Rebecca sah ihn komisch an, sagte aber nichts. Er knöpfte seine Hose auf und zog sie und seinen Slip zu den Knien hinab, setzte sich aufs Bett. Wie alt bist du? 22. Herrlich. Er packte sie bei den Haaren und drückte ihr Gesicht auf sein steifes Glied. Sie fing an zu blasen. Er ließ ihr Haar los und lehnte sich zurück. Er stöhnte, genoss es, hob den Kopf, um sie anzusehen ihre Haarmähne wippte auf und ab. Mittendrin fragte sie, wie alt bist du denn? nervige Störung. Mach einfach weiter. Ich will's nur wissen. Der Vorfall mit Olivia kam ihm in den Sinn. Er packte sie wieder an den Haaren und drückte ihren Kopf in seinen Schritt. Sie bekam keine Luft und befreite sich. Aber ich bin nur neugierig, ob du so alt bist wie mein Vater oder so. Sein Zorn wuchs. Fand sie, dass er zu alt war? Er überlegte, ob er den Gurt anwenden sollte, entschied sich dagegen. Stattdessen richtete er sich auf und warf sie auf den Bauch, hob ihren Hintern ein wenig an. Nein, hör auf, nicht ohne Kondom. Als Maul. Er packte sie mit beiden Händen am Hals und drückte zu, zielte und drängte sich hinein, stieß so hart zu, wie er konnte. Sie wimmerte, zerrte an seinen Händen, seine Erregung stieg, je mehr sie kämpfte, führte ihn zum Höhepunkt. Er zog seinen Schwanz heraus und spritzte auf ihren Rücken, stöhnte laut, ließ ihren Hals los. Sie sackte röchelnd zusammen. Nach ein paar Minuten hatte Magnus sich wieder erholt. Rebecca lag noch immer auf dem Bett. Ihr Röcheln war in eine Art Wimmern übergegangen, das Magnus unerträglich fand. Es erinnerte ihn an Pia, wenn sie sich in der Toilette eingeschlossen hatte und dachte, er höre sie nicht. Er ging zu ihr und stupste sie gegen die Schulter. Du. Bekam keine Antwort. Scheiße. Das war gut. Oder? Schweigen. War er zu weit gegangen? Aber sie war so etwas doch wohl gewohnt. Du, ich hab vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du weißt ja, wie das ist. Schweigen. Nur ein Schluchzen. Scheißegal. Er wollte weg von ihr. Jetzt. Heute war Adnans Tag gewesen. Er hatte sich Urlaub von seinem Beobachterjob genommen, sich gesagt, wo er ohnehin keine Kompagnons hatte, konnte er sich genauso gut einen freien Tag gönnen. Schon um neun Uhr war er im Kraftraum gewesen und hatte eine harte thai -Boxen einheit geschoben, Schmerzen am ganzen Körper danach, wie es sein sollte. Nach dem Training hatte er ein Mittagsdate mit der Schwedenbraut gehabt, Amanda. Eigentlich nicht sein Stil, Mittagsdate, aber manchmal musste man sich opfern. Sie hatten Pasta im Parma in Sundbyberge gegessen. Passte Adnan gut, sich ein wenig am Rand der Stadt zu bewegen. Dort war die Gefahr nicht so groß, erkannt zu werden. Sie hatten über alles Mögliche gesprochen. Sie wollte wissen, was für eine Arbeit er hatte, wo er wohnte. Hatte er Geschwister? Wie lange wohnte seine Familie in Schweden? Mit welchen Frauen war er schon zusammen? Hatte er mal eine längere Beziehung? In Adnans Augen, sie stellte zu viele Fragen, wurde anstrengend, Antworten auf alles zu finden. Wie viel sollte er erzählen? Manchen Bräuten konnte man imponieren, indem man mit einem Gefängnisaufenthalt prahlte oder anderen netten Begegnungen mit Bullen. Aber bei Amanda war es anders. Sie war keine gewöhnliche Frau. Jedenfalls keine wie jene, mit denen Adnan sonst zu tun hatte. Und sie erinnerte ihn an jemanden. Manche ihrer Minen, ihr Lachen. Es war, als hätten sie sich schon einmal getroffen. Aber sie ähnelte sich ja nur jemandem. Irgendeinem Star vielleicht? Das Beste aber kam am Ende, als es Zeit war, sich zu verabschieden. Adnan wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, fühlte sich wie ein schüchterner Teenager. Aber sie ergriff die Initiative und küsste ihn ein warmer, langer Kuss. Sie schmeckte nach Erdbeere, hatte ihre Lippen mit irgendeinem klebrigen Glitterzeug eingeschmiert. Er wurde verlegen. Verdammte Scheiße. Was ging hier vor? In seiner Tasche warteten die Kondome. Wenn sie in diesem Tempo weitermachten, würden die das Haltbarkeitsdatum dreifach überschreiten. Er erkannte sich selbst nicht wieder, aber die Braut hatte etwas Besonderes. War er dabei, in dieselbe Falle zu tappen wie Hajir? In den Sumpf der Romantik? Der zweite Grund, weshalb für Adnan an diesem Tag die Sonne schien, war ein Anruf von Vincent. Vincent Bonnerud, die Obertonte. Der Partymacher, der Boss wollte, dass Adnan noch am selben Abend in den Club kam, er hatte nicht gesagt, um was es ging, aber das war Adnan egal, er musste schleunigst mit ihm reden. Wie immer war die Bude gerammelt voll, beeindruckend. Bei der harten Konkurrenz in dieser Stadt konnte die Beliebtheit eines Clubs schnell umschlagen, aber der Boss wusste, wie er seine Karten ausspielen musste, setzte auf die richtige Art der Unterhaltung. Türsteher Oskar öffnete die Adnan wohlbekannte rote Samttür zur Hurenabteilung. Adnan hatte diese Geschäftsidee nie gemocht. Auch wenn es ein genialer Zug war. Er konnte nur schätzen, welche Summen die Obertonte jeden Abend einheimste. Hierhin durfte nicht jeder. Die Typen kamen nicht in einem Hyundai angetuckert, um es so zu sagen. Adnan hatte noch nie begriffen, wieso jemand eine Braut fickte, die eigentlich nicht wollte. Aber der Markt war offenkundig groß.« Vielleicht war es doch die falsche Entscheidung gewesen, sich an Vincent zu wenden. Auf keinen Fall wollte er wieder Fickkabinen putzen und dafür sorgen, dass die Typen sich an die Regeln hielten. Letzteres war nicht gerade einfach, er hatte im Laufe der Jahre viele Mädchen getröstet und einige zur Notaufnahme fahren müssen. Auch sein Lieblingsjob am Eingang kam nicht in Frage. Seine Türstehervollmacht war mit der Verurteilung auf immer dahin. Vincent achtete sehr genau darauf, sich ans Gesetz zu halten, zumindest nach außen. Vincent hatte ein eigenes Büro, das man über die Hurenabteilung erreichte. Der Club war gigantisch. Bestimmt noch einmal doppelt so groß wie der Bereich für die normalen Gäste. Adnan war nicht einmal sicher, ob er selbst schon alles gesehen hatte. Er wurde erwartet. Vincent hatte vier Lines Kokain vorbereitet. Hübsch hintereinander auf einem viereckigen Spiegel, der auf einem Tisch lag. Neben dem Tisch standen zwei Chesterfield-Sessel, die sich deutlich von der übrigen Einrichtung in schwarz und weiß abhoben. Vincent saß in einem davon und stand auf, als Adnan hereinkam. Er sah aus wie immer, lang und dürr, die Hose so eng, dass er sich auf den Rücken gelegt haben musste, um sie anzubekommen. Sie saß stramm um seinen Schritt, echtes Dödeplan Frisur, die Haare nach hinten gegelt. Adnan, mein Freund, ist eine Weile her. war beschäftigt. Vincent grinste, ein vertrautes Grinsen für Adnan durchtrieben. Man wusste nie, was dieser Teufel im Sinn hatte. Bitte sehr! Vincent deutete auf den Tisch, wo das Kokain wartete. Adnan hätte gern abgelehnt. Er hatte den Bullen die Wahrheit gesagt. Seit er raus war, hatte er nichts genommen, wollte nichts riskieren. Andererseits, schlechtes Timing, um Vincent's Gastfreundschaft zurückzuweisen. Er ging zum Tisch und zog eine Lein. Das brannte. Zog eine zweite, wischte sich mit dem Handrücken über die Nasenspitze. Der plötzliche Rush erinnerte ihn daran, warum man das Zeug wieder nehmen wollte, und wieder und wieder und wieder. Vincent sniffte die beiden anderen Lines, dann stellte er sich auf und schien um ein paar Zentimeter gewachsen zu sein. Ich habe gehört, dass Milorad Kraljewicz hinter dir her ist. Die Erwähnung dieses Namens brachte Adnan wieder zurück in die Wirklichkeit. Wo hast du das her? Spielt keine Rolle. Aber ich habe gehört, dass Mr. K. bei eurer nächsten Begegnung nicht lange fackeln wird, um's mal so zu sagen.« »Herzlichen Dank für die Aufklärung.« Das konnte Adnan sich selbst zusammenreimen. Vincent fuhr fort. »Ich kann dir helfen, wenn du möchtest.« »Mr. Kaljewitz und ich kommen gerade ziemlich gut miteinander aus, ohne dass ich das jetzt weiter ausführe. Ich kann bis morgen ohne größere Schwierigkeiten, lass uns sagen, 200 Riesen besorgen. Was sagst du dazu?« man musste kein Genie sein, um zu kapieren, dass die Tunte irgendetwas im Schilde führte, aber was auch immer das war, Vincent und seine Geschäftsideen dürften eine deutlich bessere Alternative sein als der verrückte Jugo, also akzeptieren. Und warum willst du mir helfen? Lass es uns so sagen, natürlich verschenke ich nicht einfach so Geld, sondern investiere. Vincent hob die Augenbrauen. In ein paar Monaten werde ich einen neuen Club eröffnen, dort könnte es einige Aufgaben für dich geben. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber 200 reichen nicht. Der Jugo will 350. Wenn das überhaupt noch genügt. Wahrscheinlich hat er inzwischen noch mehr draufgeschlagen. Du kriegst 200 morgen. Dann sorge ich dafür, dass Mr. Kraljewitz damit fürs erste zufrieden ist. Den Rest kriegt er später. Und wie stellst du dir das vor? Soll ich wieder den Türsteher machen? Ich habe keine Erlaubnis mehr. Ich weiß, was du hast und was du nicht hast, Adnan Nassimi. Ich weiß, was du kannst und was nicht. Aber vor allem weiß ich, was ich kann und was ich brauche. In diesem Moment kann ich dich aus einer verdammt kniffligen Lage befreien. Im Gegenzug dafür verlange ich nur deine Loyalität. Bist du dabei oder nicht? No more questions. Ich bin dein Mann. Vincents Miene änderte sich schlagartig. Er strahlte auf einmal wie ein Honigkuchenpferd. Würde Adnan ihn nicht schon lange kennen, hätte er gedacht, er sei schizophren. Wunderbar. Darauf stoßen wir an, mein lieber Freund. Vincent schlenderte zur Bar und schenkte zwei Whiskygläser voll. Adnan stand vor Midans Wohnungstür und klopfte. Seit fünf Minuten schon. Er wusste, dass Midan da war. Hörte, wie sich drinnen jemand bewegte. Midan, echt jetzt. Ich bin's. Mach auf. Du siehst doch, dass ich's bin. Die Tür öffnete sich einen Spalt. Die Sicherheitskette war eingelegt. Bist du allein? Miran klang verängstigt. Ja, mach auf. Miran öffnete und ließ Adnan rein. Danach legte er die Kette wieder vor. Offenbar totale Verfolgungsangst. Es war kohlrabenschwarz in der Wohnung. Große Vorhänge verdeckten die Fenster. Nur eine staubige Tischlampe verbreitete im Flur einen schwachen Lichtschein. Oh, scheiße, stinkt das hier, sagte Adnan. Du musst unbedingt lüften. Midan öffnete widerwillig ein Fenster im Wohnzimmer. Adnan machte die Deckenlampe an. Midan kniff die Augen zusammen, hatte vermutlich seit mehreren Wochen kein Licht gesehen. Shit, wie siehst du denn aus? Adnan starrte Midan an. Seine Nase war schief, das Gesicht mit gelben Hämatomen übersät, dunkle Ringe unter den Augen, eingefallene Wangen, der linke Arm in Gips. Ich bin fast verreckt, Mann. Schau mal, wie ich am Rücken aussehe. Da! Miran zog sein T-Shirt hoch und entblößte große gelbe Flecken in verschiedenen Formen auf seinem Rücken. Warum gehst du nicht ran, wenn ich anrufe? Ich versuche seit Wochen, dich zu erreichen. Ich habe genauso tief in der Scheiße gesessen wie du, musste erst mal nachdenken. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Ah, schlimmer kann's ja kaum werden. Hast du was dabei? Ich habe mit der Kacke nichts mehr zu tun. Und du solltest auch aufhören. Du siehst grauenhaft aus. Wann hast du das letzte Mal was gegessen? Midan baute sich wenige Zentimeter vor Adnan auf, starrte ihm in die Augen. »Du hast verdammt nochmal gerade was gesnifft. Was redest du da für einen Scheiß? Ich brauch was jetzt, sonst wäre ich verrückt!« ja, »Ich geb's zu, aber das ist quasi Teil der guten Neuigkeiten. Willst du sie hören oder lieber losziehen und Stoff besorgen, damit Milorad dich wieder ins Visier kriegt?« Midan zitterte, vermutlich nicht nur wegen seiner Abstinenz, sondern auch wegen der Erinnerung an Milorad. Ich habe 200 besorgt. Wir werden die Jugos morgen treffen und die Knete übergeben. Miran stand der Mund offen. Nie im Leben treffe ich diesen Psycho freiwillig. Woher zum Teufel hast du das Geld? Hab's geliehen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Aber das rettet deinen feigen Arsch auch. Das Einzige, was du tun musst, ist mitkommen. Niemals, das geht nicht! Mirans Stimme stieg ins Falsett. Ich brauche sofort Stoff! Adnan wurde plötzlich klar, dass Midan nicht einmal für den morgigen Auftrag taugte. Der Typ war fertig, würde sich vermutlich in die Hose machen, bevor sie dort waren. Midan, ich kümmere mich alleine drum. Erstmal ist Entwarnung, aber wir brauchen mehr Knete, und ich weiß, wie wir das deichseln. Aber das klappt nicht, wenn du so zugerichtet bist, verstanden? Midan ließ sich auf das Sofa sinken, schlug die Hände vors Gesicht und schaukelte vor und zurück, wie ein kleines Kind, das nicht stillsitzen kann. »Ich komme morgen wieder, wenn alles geregelt ist. Sieh zu, dass du was in den Magen kriegst. Und kauf ein paar Putzmittel, Menschenskind!« Midan starrte Adnan an, als habe er ihn aufgefordert, einen Stein vom Mond zu holen. Midan war dabei, vollends aus der Bahn zu geraten. Es brauchte eine verflucht drastische Maßnahme, um ihn wieder kampffähig zu kriegen. Adnan würde es versuchen. Der Vorrat an Kameraden, aus dem er schöpfen konnte, war nicht sonderlich groß. Der Zeitungsartikel über den Pavian hatte sich in ihr Unterbewusstsein geätzt. Amanda hatte Sannas Tagebuch wieder hervorgeholt und die Seiten gelesen, die sie schon so viele Male studiert hatte. Sie schaute erneut die Zeichnung an, den mit dem Bleistift gemalten Affenkopf. Der Affe, war das ein Spitzname? Oder hatte Sanna nur halluziniert? Amanda beschloss, dem seltsamen Diebstahl näher auf den Grund zu gehen. Die geraubte Julia aus dem Kohlmorden-Zoo. Sie hatte Henrik angerufen, einen ehemaligen Klassenkameraden von der Polizeischule, der in Norchöping arbeitete. Offenbar war fünf Jahre zuvor schon einmal ein ähnlicher Raub geschehen, danach hatte man Überwachungskameras installiert. Diesmal konnte man sehen, dass die Tat von Profis ausgeführt worden war, hatten wie Soldaten agiert, schnell, effektiv, strukturiert sie hatten einen kleinen laster benutzt in der nacht vor dem raub war der laster in okersberja entwendet worden sten andersson der eigentümer hatte es am morgen bemerkt als er zur arbeit fahren wollte er hatte den diebstahl sofort gemeldet mehr stand nicht in dem bericht amanda saß im wagen unterwegs nach okersberja sie war nicht im dienst hatte ihren dienstausweis aber dennoch mitgenommen sten andersson trug einen ölverschmierten overall und eine kappe er wirkte überrascht Amanda zeigte ihm ihren Dienstausweis. Ich wollte nur noch ein paar Fragen zu Ihrem gestohlenen Kleinlaster stellen. Und dafür kommen Sie extra hierher? Ja, es kann sein, dass Ihr Lieferwagen für ein schweres Verbrechen benutzt wurde. Deshalb würde ich gern mit Ihnen sprechen. Ob Sie etwas gesehen oder gehört haben? Nein, ich schlafe nachts wie ein Murmeltier. Hab erst etwas gemerkt, als ich morgens losfahren wollte. Vielleicht Personen hier in der Gegend, die Sie vorher nie gesehen haben? Nein, da fällt mir nichts ein. Haben Sie den Lieferwagen denn gefunden? Nein, leider nicht. Probieren Sie es doch mal bei Agda in dem gelben Haus da drüben. Sten deutete auf ein Wäldchen. Sie ist eine neugierige alte Frau. Wenn Agda nichts weiß, dann ist tatsächlich nichts passiert. Amanda fuhr auf dem Schotterweg zurück, umrundete das Wäldchen und gelangte zu Agdas Haus. Sie klopfte. Die Tür wurde sofort geöffnet. Vor Amanda stand eine kleine Dame mit silbergrauem Haar und sah sie von unten herauf an. Ach, wie schön Besuch. Ich habe gesehen, dass Sie gerade bei Sten Anderson waren. Womit kann ich helfen? Ach, wie hübsch Sie sind, meine Liebe. Hallo, ich bin von der Polizei und würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Polizei? Das ist ja allerhand. So hohen Besuch bekommt man nicht oft. Nur herein, meine Liebe. Akta machte einen Schritt zur Seite und Amanda trat in den Flur, dessen Wände von vergilbten Tapeten mit Blumenmustern bedeckt waren. Der Boden knarrte unter ihren Füßen. Es wird nicht lange dauern. Ich würde nur gern wissen, ob Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Vor ein paar Tagen wurde ja Lieferwagen gestohlen. Ach, der arme Sten. Mein Mann hat ihm beim Bau seines Hauses geholfen. Ach, was haben die beiden geschuftet? Ja, es sieht sehr schön aus. Ist Ihr Mann vielleicht zu Hause? Oh nein, Gustav starb vor fünfzehn Jahren. Jetzt bin nur noch ich hier. Wie hübsch Sie sind, meine Liebe. Wer sind Sie nochmal? Ich bin von der Polizei. Wollte einmal fragen, ob Sie in der vergangenen Woche etwas Merkwürdiges beobachtet haben. Ja, dem armen Stan wurde der Lieferwagen geklaut. Ist das nicht schrecklich? Amanda dämmerte, worüber Sten bei der Erwähnung von Akta gegrinst hatte. Ja, das ist furchtbar. Wissen Sie, wie es passiert ist? Nein, nein, der arme Sten. Amanda wandte sich wieder zum Gehen. Vielen Dank, Akta. Ich werde Sie nicht länger stören. Ach, Sie stören doch nicht, meine Liebe. Ich habe nicht oft die Gelegenheit, mich mit jemandem zu unterhalten. Das letzte Mal, dass ich Besuch hatte, haben Sie nicht angeklopft. Sie schlichen nur im Wald herum. Von wem sprechen Sie? Zwei Männer. Ganz flott, stattlich, wie mein Gustav. Haben Sie mit den beiden geredet? Nein. Als ich rausgegangen bin und nachgefragt habe, meinte der eine, dass Sie Beeren pflücken wollten. Aber ich kann Ihnen sagen, meine Liebe, Beeren haben die ganz sicher nicht gepflückt. Der andere sagte irgendwas auf Russisch. Dann sind sie einfach verschwunden. Woher wissen Sie, dass es Russisch war? Mein Gustav war von Zeit zu Zeit zum Arbeiten in der Sowjetunion. Wenn es eine Sprache gibt, die ich erkenne, dann Russisch. Flott waren die beiden. An welchem Tag waren Sie hier? Lassen Sie mich nachdenken. Als ich wieder reinkam, habe ich Erbsensuppe und Pfannkuchen gegessen. Das tue ich jeden Donnerstag, also muss es ein Donnerstag gewesen sein. Akta hatte offenbar doch noch einen gewissen Durchblick. Vielen Dank, Akta. Sie waren eine große Hilfe. Ja, meine Liebe, ich helfe sehr gern. Wollen Sie nicht bleiben und eine Tasse Kaffee trinken? Ich danke vielmals, aber ich muss leider los. Akta tat ihr leid. Sicherlich nicht toll, den ganzen Tag allein in einem Haus auf dem Land zu sitzen. Aber Amanda wollte nachdenken, ein Resümee ziehen. Henrik hatte gesagt, es seien Soldaten gewesen. Die alte Akta hatte von flotten Russen gesprochen. Was wollten russische Soldaten mit einem Pavian? Sie wusste, dass es mehrere russische Banden in Stockholm gab. Manche hatten sich auf Einbrüche spezialisiert, andere auf Schwarzhandel. Sie war bei einer Razzia in einer Wohnung dabei gewesen, in der vier Russen wohnten, sie wurden mehrere Einbrüche verdächtigt, drei von ihnen wurden erwischt. Der vierte schaffte es nur mit Unterhose bekleidet vom Balkon zu springen und an der dort postierten Hundepatrouille vorbeizuschleichen. Der Hundeführer schickte ihm seinen Schäferhund hinterher, kurz darauf hörte sie den Hund winseln. Als sie ihn fand, waren beide Vorderbeine gebrochen. Nicht jeder konnte einen Polizeihund mit bloßen Händen überwinden, diese Russen waren spezial ausgebildete Elitesoldaten. Amanda überlegte weiter. Zwar hatte sie jetzt einen Hinweis erhalten, aber sie konnte nicht die geringste Verbindung mit Sannas Tod erkennen. Nun hieß es warten, bis der Lieferwagen irgendwann auftauchte. Sie beschloss, die Polizei von Norchöping nicht von ihrem Gespräch mit der alten Akta zu unterrichten. Es war nicht sonderlich beliebt, wenn Polizisten in der Freizeit mit ihrem Dienstausweis herumfuchtelten. Das konnte sie ihren Job kosten. Magnus war auf der Arbeit. Wieder. Er hatte nie frei. Er mochte zwar seinen Job, aber die Arbeitszeiten waren eine Frechheit. Er verstand die Kollegen, die sich einen anderen suchten. Es gab eine Menge Unternehmen, die ehemalige Polizisten mit Kusshand aufnahmen. Versicherungsunternehmen und diverse Sicherheitsfirmen, die deutlich besser bezahlten als der Staat. Kein Verständnis hatte er hingegen für die Kollegen, die so viele Überstunden machten wie möglich und sich damit über Wasser hielten in seinen Augen fehlte es ihnen an Willen zur Initiative, sie waren Sklaven, die sich von einer rücksichtslosen Behörde ausnutzen ließen. Eine Teambesprechung stand an, seine Männer saßen am Konferenztisch, ausgerüstet mit Waffe, OC Spray, Schlagstock, Handschellen. Jeder verbarg die Gegenstände auf unterschiedliche Weise, was eine wahre Herausforderung war, wenn man in Zivilklamotten arbeitete. Für Annette war es unmöglich, die Schutzweste zu verstecken. Ihre großen Brüste sorgten dafür, dass sie wie Dolly Parton aussah, wenn sie die Weste anhatte. Sie war die einzige Frau in Magnus Team. Gleichberechtigung, bla, bla, bla. Um das Gejammer zu beenden, hatte er schließlich Annette ausgewählt. Wenigstens hatte er so etwas für die Augen. Aber er hatte bald gemerkt, dass sie scheißverklemmt war. Sie hatte nach einem kleinen Klaps auf den Hintern total die Krise gekriegt, hatte offenbar echte Probleme, sich zu sozialisieren. Amanda hätte eigentlich besser ins Team gepasst. Sie war ungewöhnlich scharfsinnig. Für eine Frau. Konnte seinen Jungs durchaus das Wasser reichen. In ihrer Anwärterzeit hatte sie absolut brilliert. Aber er wollte keine anstellen, mit der er ein Techtelmächtel hatte. Das machte nur Probleme. Und wie sich inzwischen gezeigt hatte, lag er damit goldrichtig. Es wäre verdammt hart gewesen, sie jeden Tag zu sehen und dabei zu wissen, dass sie von einem scheiß Araber gebumst wurde. Warum rief sie nicht an? War das ihre Art, jemanden abzuservieren? Sich einfach nicht mehr melden? Ihretwegen hatte er im Paradies die Kontrolle verloren. Alles war ihre Schuld. Vincent Bonnerlüt höchstpersönlich hatte ihn am Tag danach angerufen und sich bei Magnus Blomberg beklagt. Gejammert, dass die Nutte mehrere Tage, vielleicht mehrere Wochen nicht arbeiten können würde. Offenbar hatte sie ein großes Würgemal am Hals und außerdem stehe sie unter Schock. Magnus wusste, dass er zu weit gegangen war. Aber wenn es einen gab, der sich nicht zu beklagen brauchte, dann Vincent. Magnus hatte von diesem Schwachkopf definitiv keine Lektion nötig. Er sollte eigentlich am besten wissen, wann man die Klappe hielt. Hatte er vergessen, dass er von seinem guten Willen abhängig war? Falls dem so war, würde Magnus ihn bald mal daran erinnern müssen. Hajir war ein Kumpel, der einen nie im Stich ließ. Er war nicht begeistert von dem Vorschlag gewesen, aber einer wie Hajir war in einer Notlage immer da. Adnan fuhr wieder mit Hoseins Hyundai. Hajir hockte neben ihm, auf dem Schoß hatte er eine große schwarze Sporttasche, voll mit Scheinen. Sie waren vorhin beim Paradies vorbeigefahren, es war alles vorbereitet gewesen. Vincent hatte einfach die Kohle in die Sporttasche geschmissen, dann hatte er ihnen noch gesagt, wo sie Mr. Kraljewitz treffen würden. Mit dem Versprechen, dass der Jugo sich an die Absprache halten würde. 200 jetzt, Aufschub für den Rest. Niemand würde zu Schaden kommen. Adnan war nervös. Er wollte eigentlich eine schusssichere Weste anziehen, aber Hajir hatte gemeint, dass sie dadurch die Jugos nur reizen würden, indem sie zeigten, dass sie Schiss hatten. Hajir hatte recht, deshalb hatte Adnan die Schutzweste in den Kofferraum gelegt. Nur für den Fall. Es herrschte viel Verkehr. Eigentlich die Zeit, die man in Stockholm meiden sollte. Alle ehrlichen Schweden auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. An der Ampel standen bestimmt fünfzig Autos vor ihnen. »Wie spät ist es?« »Fünf vor.« »Oh, scheiße.« »Keine Sorge, wir kommen schon rechtzeitig.« Adnan fand überhaupt nicht, dass sie sich keine Sorgen machen sollten. Er wollte Milorad nicht den geringsten Grund geben, sauer zu werden. Die Ampel schaltete auf grün, die Schlange rollte langsam los. Adnan ließ Abstand zu dem Wagen vor ihnen und fuhr immer langsamer. Die Ampel sprang auf Gelb. Adnan kroch nun wie eine Schnecke dahin. Als es rot wurde, drückte er das Gaspedal durch. Hinter ihnen wurde wieder gehupt. Adnan blickte in den Rückspiegel. Kein Auto überquerte nach ihnen die Kreuzung. Adnan atmete aus, sah aus den Augenwinkeln, wie Hajir ihn kopfschüttelnd musterte. Aber er sagte nichts. Wie konnte Hajir so ruhig bleiben? Du weißt schon, dass Fatos wahrscheinlich dort sein wird. Fatos, der Gorilla, der gern mit Stiefeln zutrat, der Gorilla, der mit Hadjirs Braut ein Kind hatte. Ja, er wird da sein, sagte Hadjir. Er weicht nie von Mr. Kaljewits Seite. Wie kannst du so cool bleiben, der Typ wird dich fressen. Hadjirs Stimme nahm einen härteren Ton an. Bin ich jemand, der sich versteckt? Ich denke nicht. Isabella und ich sind jetzt zusammen, und das muss dieser Arsch einfach akzeptieren. Adnan wurde plötzlich klar, dass Hajir sich auf das Zusammentreffen freute, nicht wegen der Geschäfte, sondern um sich gegenüber dem Gorilla zu behaupten. Die Übergabe sollte in Hüsbü geschehen, in einem Wäldchen neben dem Fußballplatz. Vincent hatte ihnen klare Anweisungen gegeben ihr parkt an der Straße, dann geht ihr über den Fußballplatz und in den Wald rein. Dort führt ein Weg über eine Anhöhe. Auf der anderen Seite trefft ihr Mr. Kaljewitz. Kommt nicht zu spät. Sie parkten an der Straße. Adnan schaute zur Uhr. Zwei Minuten nach. Verdammt. Hajir war schon bis zur Mitte des Fußballplatzes vorgelaufen. Hielt die Tasche fest in der Hand, hatte schon fast den Waldrand erreicht, als Adnan ihn einholte. Siehst du sie? Nein. Aber sie sind da. Adnan sah sich um. Er sah nichts, hörte nichts, außer ein wenig Vogelgezwitscher und das dumpfe Brummen des Verkehrs in der Ferne. Hajir wirkte total ruhig, vollkommen auf die Aufgabe konzentriert. Da tauchten die Jugoslawen wie aus dem Nichts auf. Milodat Kraljewicz stand ein paar Meter entfernt von ihnen, der Gorilla neben ihm. Links und rechts hatten sich zwei weitere Hünen postiert. Adnan kannte sie noch nicht. Sie wirkten gigantisch und dabei war Adnan selbst kein Zwerg. Wo fand Milorad eigentlich all diese bulligen Jugos mit steinerner Miene? Sicher nicht unkompliziert, seinem Anforderungsprofil zu entsprechen. Er sah, dass die neuen Büffel Waffen trugen. Sie zeigten sie deutlich, hatten die Hand am Kolben. Hatte Vincent nicht klargemacht, dass keine Waffen mitgenommen werden durften? Irgendetwas lief schief. Er musterte Milorad und den Gorilla. Beides Muskelberge. Milodat war ungefähr so groß wie Adnan, der Gorilla einen Tick kleiner, aber dafür doppelt so große Bizepse. Der Typ schluckte garantiert Anabolika. Hob zweimal am Tag Gewichte. Seine Nasenflügel bebten, als er Hajir entdeckte, sah aus wie ein angriffsbereiter Stier. Adnans Talent im Thaiboxen in allen Ehren, mit dem Gorilla wollte er lieber keinen Nahkampf wagen. »Guten Tag, Adnan. Wie sehr hast du Gesellschaft?« Milorads tiefe, heisere Stimme durchbrach die Stille. "Du auch?" Dumpfes Gelächter. "Nicht gerade der Moment, lustig zu werden. Ich hab 200 dabei, wie ausgemacht." Adnan war selbst erstaunt, wie ruhig seine Stimme klang. "Du und ich haben gar nichts ausgemacht. Ich bestimme die Bedingungen. Aber du kannst dich heute bei deinem Schutzengel bedanken. 200 reichen dieses Mal. Danach wird nicht mehr gespaßt." Was bildete Milorad sich eigentlich ein? An Vincents Macht konnten nicht einmal die Jugos rütteln. Dieser Mann könnte mit einem Fingerschnipsen den Dritten Weltkrieg starten. Aber Adnan hielt lieber die Klappe. Es war besser, dem Jugo seinen Glauben zu lassen. »Na, gebt ihr uns die Kohle heute noch?« Milorad schien es eilig zu haben. Adnan blickte zu Hajir und bedeutete ihm mit einem Kopfnicken, dass er die Tasche aushändigen sollte. Hajir machte einen Schritt nach vorn, die Nasenflügel des Gorillas bebten. Wir haben das Geld, aber nicht hier, sagte Hajir. Adnan starrte ihn an. Was zum Teufel trieb der Volltrottel da? Ist das ein Scherz oder was? Ihr seid überhaupt nicht in der Position, Witze zu machen. Milorad wurde sauer. Die Büffel neben ihm machten einen Schritt vorwärts, fingerten an ihren Waffen herum. Hadjir fuhr seelenruhig fort. Wir haben das Geld an einer sicheren Stelle in der Nähe. Wenn ihr die Waffen weggelegt habt, holen wir es, dann kriegt ihr eure Kohle. Adnan sah, dass Milorad nicht sonderlich amüsiert war. Ihr wisst schon, mit wem es zu tun habt. Das ist gegen die Abmachung. Ihr solltet das Geld dabei haben, hier und jetzt. Und nach der Abmachung sollte niemand Waffen tragen. Deine beiden Heinis können gleich mal anfangen. Hajir war eiskalt, nickte in Richtung der Büffel. Milorad schien nachzudenken, wollte offenbar nicht an Prestige verlieren, dann hob er beide Arme. Die beiden Männer reagierten sofort und legten ihre Waffen vor sich ab. Hier auch. Hajir schaute zu Milorad und dem Gorilla. Milorad, waren seine Wangen rot geworden? Hajir gab nicht nach. Ich weiß, dass ihr auch Waffen habt. Es hat keinen Sinn zu diskutieren. Wollt ihr die Kohle, dann macht, was ich sage. Nachher können alle zufrieden wieder nach Haus gehen. Milorad sagte etwas zu dem Gorilla, das nicht auf Schwedisch war. Hör auf mit diesem Jugo-Gequatsche. Hier sollen alle verstehen, was gesagt wird. Du wirst das hier eines Tages bereuen, knurrte Milorad. Er und der Gorilla zogen jeweils eine Waffe hinter dem Rücken hervor, legten sie vor sich auf den Boden. Jetzt geht fünf Meter zurück. Keiner bewegte sich. Zurück mit euch, verdammt! Hajir senkte die Stimmlage um eine Oktave. Seine Körpersprache verlangte nach Respekt. Machtspiel. Milorad machte den ersten Schritt rückwärts. Die übrigen folgten seinem Beispiel. Widerwillig. Jetzt scheinen wir uns langsam einig zu werden. Wir sind in fünf Minuten wieder hier und dann liegen die Waffen noch da. Wenn ihr euch nur einen Millimeter rührt, könnt ihr das Geld vergessen. Hadjir ging ein paar Meter rückwärts auf dem Pfad, auf dem sie gekommen waren, trug die schwarze Tasche in der Hand, dann drehte er sich um und ging weiter. Adnan folgte ihm, blickte sich ständig um und schaute, was die Jugos machten, aber sie standen weiter da, reglos. Adnan wartete, bis sie außer Hörweite waren. Was zur Hölle treibst du hier? Wenn du dich umbringen willst, hättest du mir vorher Bescheid geben können, dann hätte ich Miran mitgenommen. Du, diese Wichser wollen sich nur aufspielen. Die hätten doch niemals geschossen. Aber sie sollen verflucht nochmal nicht glauben, dass sie mich einschüchtern können. Adnan packte die Wut. Er hatte keine Lust, sein Leben zu opfern, nur weil Hajir dem Gorilla trotzen wollte. Und wo ist die Kohle bitte? In der Tasche natürlich. Was machen wir jetzt? Wir warten kurz und gehen dann zurück, lassen die Tasche oben auf der Anhöhe. Das ermöglicht uns einen ordentlichen Vorsprung bis zum Auto. Hm. Ich kapier nur nicht, wieso sie alles akzeptiert haben, was du verlangt hast. So nötig haben sie normalerweise doch die Kohle nicht. Denen ist das Geld total egal. Die wollen nur ihre Wir markieren. Aber Vincent muss ein heftiges Druckmittel gegen das Schwein haben, sonst hätten sie niemals einen Aufschub und den ganzen Blödsinn hier hingenommen. Hajir imponierte ihm noch mehr. Er hatte recht. Natürlich verdankten sie es Vincent, dass sie nach diesem Auftritt von Hajir noch lebten. Vielleicht hatte Hajir die Lage also doch im Griff. »Warum sollten Sie sich vor den Jugos beugen?« Adnan fragte sich, was für ein Druckmittel Vincent hatte. Aber Vincent beherrschte die ganze Vergnügungsindustrie, kannte jeden Politiker, der nicht nur seine Frau fickte, jeden Star, der mehr wollte als nur Alkohol, jeden Hinz und Kunst, der aus dem üblichen Raster des braven Schweden ausbrechen wollte. Hadjir blieb stehen, als sie von der Anhöhe heruntergekommen waren. »Lass uns mal sehen, was Sie machen!« Er legte sich auf den Bauch und robbte zu einem Busch vor. Adnan folgte ihm entdeckte zu seinem Erstaunen, dass die Jugos sich nicht vom Fleck gerührt hatten. Adnan flüsterte: "Hast du den Gorilla vorhin gesehen? Du hast keinen positiven Eindruck auf ihn gemacht." "Nein, sicher nicht. Außerdem hat ihm Isabella vor kurzem eine Neuigkeit überbracht. Wir kriegen ein Kind?" "Du verarschst mich." "Natürlich verarsche ich dich nicht. Der Gorilla ist komplett durchgedreht, hat gedroht, ihr sein Messer in den Magen zu bohren." Das Schwein kann vergessen, Sandra je wiederzusehen. Dieser Irre würde sein eigenes Kind umbringen, nur um Isabella weh zu tun. Adnan wurde mit einem Mal wieder unsicher. Es ging hier längst nicht mehr nur um die Übergabe des Geldes. Alles drehte sich um ein Dreiecksdrama, in das er hineingezogen worden war. Verflucht nochmal. Du könntest gratulieren. Adnan runzelte die Stirn. Zum Kind, meinte Hajir. Glückwunsch, Bruder. Wir reden nachher noch darüber, okay?« »Ja. Jetzt ab. Bist du bereit?« »Kann losgehen.« Sie krochen ein Stück zurück und standen auf, sobald sie sicher waren, dass die Jugos sie nicht sehen konnten, stiegen wieder auf die Anhöhe. Hadjir brüllte, »Hier habt ihr das Geld!« Er warf die Tasche ein Stück den Hang hinab. Bevor Adnan sich umdrehte, um loszurennen, sah er, dass die Jugos stehen blieben. Bis auf einen. Der Gorilla. Adnan rannte. Hajir war knapp hinter ihm, hatte Zeit verloren, als er die Tasche geworfen hatte. Adnan schielte zurück, sah wie der Gorilla seine Waffe vom Boden aufhob. Milodat brüllte etwas in einer Jugosprache. Der Gorilla war schon halb den Hang hoch. Sie hatten seine Geschwindigkeit unterschätzt, wie ein Sprinter, trotz der enormen Muskelmasse. Scheiße. Adnan beschleunigte, näherte sich dem Fußballplatz, hörte Hajir hinter sich. Es knallte und etwas sauste an Adnans Ohr vorbei. Panik. Der Gorilla hatte total die Kontrolle verloren. Milorad brüllte noch immer. Es knallte erneut. Adnan hörte den Aufprall. Sah Hadjia auf dem Bauch liegen, das Kinn im Dreck, die Augen aufgerissen. In Adnans Ohren brauste es. Irgendwo brüllte Milorad. Hadjia reglos. Der Gorilla blieb stehen, starrte Adnan an, senkte die Waffe, machte Kehrt und verschwand im Gebüsch. Adnan hyperventilierte. Vorhang zu. »Was hast du heute Leckeres?« Tobbe neigte sich vor, um zu sehen, was sich Amanda in der Mikrowelle aufwärmte. Sie holte den Teller mit Fleischbällchen und Macaroni heraus. Tobbe grinste. »Ah, Single-Fraß!« Sie setzten sich in den Aufenthaltsraum, um zu essen. Amandas Haare tropften nach der Dusche. Sie hatten eben eine Sporteinheit hinter sich, und es war immer stressig, noch schnell etwas zu essen und zu duschen, bevor man den Bereitschaftsdienst begann. Mit wem fährst du heute eigentlich zusammen? Mit Kerstin. Na, Glückwunsch. Tobbe grinste. Amanda verstand, was er meinte. Mit Kerstin wollte nach Möglichkeit niemand im Wagen landen. Eine ältere Kollegin, die schon längst nicht mehr auf Streife gehen sollte. Mit ihren Nerven wäre sie besser für die Asservatenkammer geeignet. Wenigstens ist sie nett. Hoffentlich kriegen wir nichts Schlimmeres zu tun als ein paar Taschendiebe. Ja, hoffentlich. Und übrigens hast du gesehen, wie sie Micke anmacht? Der Gute ist völlig fertig. Ich hab's gemerkt, der Arme. Micke war ein Praktikant von der Polizeischule und saß an der Rezeption. Keiner konnte übersehen, wie Kerstin um ihn herumschwänzelte. Aber es war schön zu beobachten, wie sie in der letzten Zeit aufgeblüht war. Eine halbe Stunde später saßen sie im Streifenwagen. Kerstin fuhr und Amanda übernahm den Platz am Funkgerät. Bevor sie aufgebrochen waren, hatte sich Amanda noch rasch in den Computer eingeloggt. Sie wollte sich den Bericht zu dem gestohlenen Lieferwagen ansehen. Inzwischen war etwas Neues hinzugekommen und sie las, dass der Wagen in einem Waldgebiet in Wellingbü aufgefunden worden war. Er war ausgebrannt. Man hatte keine verwertbaren Spuren mehr sichern können. Sie konnte nur abwarten und hoffen, dass etwas passierte, aus dem sie neue Schlüsse ziehen konnte. Kerstin fuhr in Richtung Ekerö. Es war typisch für sie, eine ruhige Gegend zu wählen. Wenn irgendwo ein Alarm rausging, dann waren sie meistens so weit weg, dass die Einsatzleitung eine andere Patrouille rief. Amanda nervte das. Sie hatte keine Lust, die ganze Schicht lang an Wiesen und Feldern vorbeizufahren und Kühen beim Weiden zuzusehen. Plötzlich jedoch ging eine Funkmeldung ein. Von drei null Prior eins Schusswechsel in Hüsbü. Tatort ein Waldgebiet am Fußballplatz. Vier Täter haben den Tatort verlassen, bislang alle unbekannt. Und wir nehmen Kanal 31, null, komm! Amanda schaltete auf Kanal 31, drehte den Kopf und blickte zu Kerstin hinüber. Was trieb die Frau? Tuckerte weiter gemütlich dahin. Hast du nicht gehört? In Hüsbühl wurde auf eine Person geschossen. Klar habe ich es gehört. Ich muss nur noch eine Stelle zum Wenden finden. Schalte doch einfach die Sirene an und dreh hier um. Kerstin starrte auf das Armaturenbrett und fuhr mit den Fingern über die Knöpfe. Es war schlimmer, als Amanda gedacht hatte. Kerstin fand nicht einmal den Knopf für das Blaulicht. Amanda streckte die Hand aus und half ihrer Kollegin. Die Sirene heulte auf. Ganz ruhig, Kerstin. Hol tief Luft und fange langsam an zu wenden, so die entgegenkommenden Fahrer verstehen, was du willst. Nach einer Weile schaffte sie es. Jetzt fuhren sie immerhin in die richtige Richtung. Amanda konzentrierte sich wieder auf die Funkdurchsagen, verstand, dass 33-39-50 bereits vor Ort war. Dem Opfer war in den Rücken geschossen worden. Nicht bei Bewusstsein und es sah kritisch aus. Eine weitere Person befand sich am Tatort, war aber unverletzt. 339100 an 33-39-50, kommen! Der Freund hier sagt, dass es vier Männer waren. Mehr weiß er aber nicht. Das Fluchtfahrzeug ist unbekannt. Meiner Meinung nach will er nicht reden. Es scheint sich um eine Art Abrechnung zu handeln, kommen! Verstanden. Schaut, dass ihr so viel wie möglich rauskriegt und die beiden Betroffenen identifiziert. Kommen. Verstanden. Und 33 31 70, kommen. Du übernimmst die Leitung vor Ort, Nilsson. Sperrt die Gegend ab und achtet darauf, dass so wenig Leute wie möglich im abgesperrten Bereich herumlaufen, auch keine Kollegen. Kommen. Ist klar. Amanda hatte sich nicht gemeldet Kerstin kroch im schneckentempo dahin wurde von anderen autos überholt obwohl das blaulicht an war peinlich als Kerstin es endlich bis zum brommerplan geschafft hatte war es an der zeit sich zu melden 33 39 20 an 30 wir sind am brommerplan fahren jetzt zum Einsatzbereich kommen 3 null. verstanden der einsatzbereich wo ist der? Kerstin fuhr extra vorsichtig durch den Kreisverkehr. Amanda seufzte innerlich. Kerstin bekam vor Stress nichts mehr mit, hörte nicht einmal mehr, was per Funk durchgegeben wurde. An der Schelltankstelle in der Neue Garten. Wir sind wahrscheinlich als Letzte dort. Mal sehen, ob für uns noch was zu tun ist. Kerstin sagte keinen Mucks. Im Äther ging die Kommunikation weiter. Wir haben einen der Betroffenen identifiziert, den Unverletzten. Er heißt Adnan Nasimi. Kommt in den meisten unserer Register mit schweren Vergehen vor. Er steht nicht auf der Fahndungsliste. Diesem Adnan zufolge heißt der Verletzte Hajir El Battal. Wir haben noch keine Identitätsnummer von ihm. Er wird in diesem Augenblick in den Krankenwagen gehieft. Komm. Amanda war plötzlich froh, dass sie mit Kerstin unterwegs war. Hätte es sich um einen engagierteren Kollegen gehandelt, würde sie jetzt in Uniform vor Adnan herumtanzen. Und das war nicht im Sinne des Erfinders. Sie erschauerte unwillkürlich Adnan bei einem Schusswechsel. Nicht völlig unerwartet, aber dennoch, er hätte sterben können, verletzt. Der Gedanke machte ihr Angst. Nun würde sie stattdessen ins Karolinska Schüchhüset fahren, um Adnans Kumpel zu identifizieren, Hajir el Batal. Der Name sagte ihr etwas, kam öfter im Zusammenhang mit Adnan im Fahndungsregister vor. Sie gingen in die Notaufnahme und standen etwa zehn Minuten lang da, bis eine Ärztin zu ihnen trat, sie hielt ihnen eine Plastiktüte mit den blutigen Klamotten hin. Danke, sagte Amanda. Wird er überleben? Was meinen Sie? Er ist schwer verletzt und hat viel Blut verloren. Es ist momentan schwer, eine Prognose abzugeben. Amanda zog sich ein paar Plastikhandschuhe über und wühlte vorsichtig in der Tüte, sie wollte die Klamotten möglichst unberührt lassen, da sie noch zur Spurensicherung geschickt würden. Sie fand einen Geldbeutel und durchsuchte den Inhalt. Eine Visakarte, eine Trainingskarte für ein thai boxen in Söder. Amanda kannte es. Allgemein bekannt als Treffpunkt für Kriminelle. Eine Ikea-Family-Karte. Unerwartet. Das schien nicht zu diesem Typen zu passen. Schließlich fand sie einen Ausweis von Najir. Stellte fest, dass er zwei Jahre älter als Adnan war. Braune Haare, Bartwuchs. Nicht unbedingt ein Adonis, sah aber nett aus. Nachdem sie den Schockraum verlassen hatte, rief sie den Einsatzleiter an und bestätigte, dass es sich bei dem Verletzten um Hadjir el Batal handelte. Sie bekamen die Anordnung, im Krankenhaus zu bleiben und Wache zu halten. Im Moment war nicht klar, ob die Täter zurückkommen würden, um ihr Werk zu vollenden. Aus Erfahrung wusste man auch, dass die Belegschaft gelegentlich Unterstützung brauchte, wenn die Verwandten des Opfers auftauchten. Verzweifelte Angehörige hatten schon öfter Chaos im Krankenhaus verursacht. Amanda war zufrieden mit der Aufgabe, so ging sie Adnan aus dem Weg, der zur Vernehmung mit aufs Revier genommen worden war. Überlegung, sollte sie ihn später anrufen, wenn sie ihre Schicht beendet hatte? Magnus war sofort in den Wagen gesprungen, als er die Nachricht gehört hatte. Samir hatte ihn angerufen, vollkommen hysterisch. Man hatte auf seinen Bruder geschossen? Magnus hatte die Einsatzkanäle im Polizeifunk abgesucht. Er scherte sich nicht um die Vorschrift, das Gerät stets im Waffenschrank im Büro einzuschließen. Er hatte es immer dabei. Es war gut zu wissen, was auf den Straßen los war. Nach einer Weile hatte er den richtigen Kanal gefunden. Aus dem, was gesprochen wurde, schloss er, dass Samir fehlinformiert war. Man hatte auf jemanden geschossen, aber nicht auf Adnan Nassimi. Der saß wohlbehalten in einem Streifenwagen und wurde aufs Revier gebracht. Aber der kleine Samir durfte noch ein wenig auf die frohe Botschaft warten, schadete nicht, wenn er eine Weile schwitzte. Außerdem hatte Magnus jetzt keine Zeit, es gab Wichtigeres. Er wusste, dass Amanda arbeitete, ihre Schichten hatte er stets im Kopf, wie viel hatte sie mitbekommen? War sie bei dem Einsatz dabei? Wie auch immer, spätestens jetzt würde sie wissen, dass sie es mit einem Ganoven trieb, falls sie es nicht schon die ganze Zeit gewusst hatte. Der Gedanke von diesem verfickten Araber ausgebotet worden zu sein schmerzte, so eine Scheiße, dass er heute nicht im Dienst war und ein bisschen was drehen konnte. Er fuhr direkt zum Polizeirevier und ging zu dem Beamten, der die Aktion geleitet hatte, tat so, als wäre er im Dienst und hoffte, dass er nicht nachfragte. "Grüß dich, Söderling, wie läuft's?" Söderling antwortete ohne den Blick vom Computerbildschirm zu nehmen: "Na ja, noch haben wir nichts konkretes. Der Zeuge ist nicht sonderlich kooperativ." Mal sehen, ob er bei der Vernehmung mehr redet. Wäre gut, wenn nicht irgendwer das Verhör macht. Du weißt, was ich meine. Wäre blöd, wenn irgendein müder Sesselfurzer von der Kripo es versaut. Wolltest du dich selber vorschlagen, oder was? Söderling blickte Magnus jetzt zum ersten Mal an. Magnus wusste, dass Söderling nicht viel für ihn übrig hatte. Wahrscheinlich, weil Magnus einige kritische Ansichten zu Fällen geäußert hatte, für die Söderling verantwortlich gewesen war. Klar wäre das die beste Lösung. Magnus blinzelte Söderling zu, der aber nicht im geringsten amüsiert aussah. Aber ich muss mich zurückhalten. Wir haben den Kerl anderweitig im Visier. Inwiefern? Kann ich nicht sagen. Aber es hat keine Bedeutung für diesen Vorfall. Irgendwann landen die Ermittlungen aber ohnehin bei uns. Da ist es unnötig, wenn ich jetzt Infos preisgebe. Du weißt, wie die Kollegen sind. Hält man ihnen den kleinen Finger hin, nehmen sie gleich die ganze Hand. Söderling konzentrierte sich wieder auf seinen Bericht. Ich habe Ölund für die Vernehmung eingeteilt? Ölund, willst du alles vermasseln? Er ist völlig in Ordnung. Er hat viel Erfahrung und kennt sich mit dem Fall aus. Du, ich will jetzt in Ruhe weiterarbeiten. Verfluchter Söderling. Klar. Wünsch Ölund viel Glück von mir. Bis dann. Na ja, vielleicht machte es ja nichts, wenn Ölund die Vernehmung in den Sand setzte. Adnan wurde schließlich keiner Tat verdächtigt. Magnus Trumpf war nun der kleine Samir. Er holte sein Handy hervor und rief ihn an, dabei ging er in sein Büro zurück. Samir meldete sich beim ersten Klingelten. Was ist los? Warum haben Sie nicht angerufen? Ich ruf ja jetzt an. Und ich habe gute Neuigkeiten, mein Junge. Dein Bruder ist unverletzt. Er ist gerade auf dem Revier und wird vernommen. Samir schrie anderen irgendetwas in Kanakensprache zu, und Magnus hörte laute Freudenrufe im Hintergrund, musste das Handy vom Ohr weghalten. Hallo. Waren das deine Eltern oder was? Ja, sie haben sich unglaubliche Sorgen gemacht. Wir dachten, Adnan sei tot oder so. Jeder hat etwas anderes gesagt. Scheiße, Mann! Typisch Dschungeltelefon. Alle wussten alles, aber eigentlich doch nichts. Adnan hat Glück gehabt, aber Hajir ist leider sehr schwer verletzt. Kennst du ihn? Ja, scheiße. Er ist wie ein Bruder für mich. Kenn ihn seit ich klein bin. Wird er überleben? Weiß ich nicht. Er wurde ins KS gebracht, aber ich bleib am Ball und geb dir Bescheid zu mir. Supermann! Du, was deinen Bruder angeht, dir ist sicher auch klar, dass er ein wenig auf die schiefe Bahn geraten ist. Man gerät ja nicht einfach so in eine Schießerei. Ja, ist mir klar. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das Beste, was du tun kannst, ist, mir alles über deinen Bruder zu erzählen. Finde heraus, wen er trifft, was er macht, alles. Dann kann ich verhindern, dass sowas nochmal passiert. Verstehst du, was ich meine? Pause. Ja, ist klar. Hier geht es um Leben oder Tod, Samir. Willst du, dass dein Bruder lebt, musst du anfangen, etwas zu liefern. Ich will wissen, wo er wohnt, mit wem er herumhängt, ob er ein Ding am Laufen hat, wen er vögelt, was er isst. Ich mache das hier für dich, Samir. Aber dann musst du auch zu hundert Prozent auf demselben Kurs sein. Ist klar, ich bin dabei. Mein Bruder darf echt nichts zustoßen. Du bist ein kluger Junge, Samir. Dir stehen alle Wege offen, dafür werde ich sorgen. Du, ich melde mich wieder, wenn ich mehr über Hadjir weiß. Dein Bruder kann das Revier verlassen, sobald die Vernehmung vorbei ist. Magnus gab den Ton an. Der kleine Samir fraß ihm aus der Hand. Adnan verließ das Polizeirevier in Westeroth. Der Schock hatte sich ein wenig gelegt. Er war überrascht, welch enorme Kraft solch ein Schockzustand hatte. Er hatte ihn völlig gelähmt. Sein Gehör ausgeschaltet, es hatte eine ganze Weile nur gerauscht in seinen Ohren. Sein Sichtfeld hatte sich verkleinert, die zeitliche Wahrnehmung war vollkommen verschwunden. Er dachte zurück, wie er zu Hajir gerannt war, Hajir röchelte, versuchte etwas zu sagen. Adnan würde sich immer an die Augen erinnern, Augen, die um ihr Leben schrien. Adnan nahm Hajirs Hand. Er riss sich den Pullover vom Leib und drückte ihn auf das pulsierende Loch, spürte, wie das Blut seine Hand wärmte. Er hörte die Sirenen in der Ferne. Sein Instinkt befahl ihm zu fliehen, zu rennen, wie ein Irrer. Dann fiel es ihm ein. Er war hier nicht der Schuldige, konnte bei seinem Kumpel bleiben. Plötzlich standen mehrere Personen in blauer Uniform um Adnan herum und ausnahmsweise war er froh, dass sie da waren. Er setzte sich freiwillig in einen Streifenwagen. Es war sogar gut, sich dort verkriechen zu können. Ein Bulle setzte sich zu Adnan auf die Rückbank und stellte sich als Tobbe vor, redete mit ihm, fragte, wie es ihm gehe und so. Normalerweise, Adnan hätte das bescheuert gefunden. Nun? Die Frage berührte ihn irgendwie. Er war kurz davor, loszuheulen. Sie saßen fünf Minuten lang da. Oder waren es fünfzehn? Oder eine Stunde? Adnan wusste es nicht. Der Bulle stellte eine Menge Fragen und Adnan antwortete keine Ahnung, auf jede davon. Seit der Jugend verinnerlicht. Antworte auf nichts. Dann konnte man auch nicht getäuscht werden oder sich irgendwie verplappern. Schließlich erklärte der Bulle, dass Adnan zur Vernehmung mit aufs Revier kommen müsse. Er protestierte nicht. Er war völlig von der Rolle, war es gewohnt, den Bullen den Stinkefinger zu zeigen. Als sie beim Polizeirevier ankamen, wartete die nächste Überraschung. Adnan wurde nicht in den Arrest gebracht. Stattdessen gingen sie vorne durch den Haupteingang und setzten sich in einen Vernehmungsraum. Niemand tastete seine Kleider ab, suchte nach Waffen oder Drogen. Der Bulle namens Tobbe sagte ihm, dass er ein wenig warten müsse, fragte, ob er einen Kaffee wolle. Man gab ihm sogar ein frisches Hemd. Tobbe entschuldigte sich dafür, dass das Hemd nicht besonders hübsch war, ausgewaschen und zwei Größen zu groß, aber besser als nichts. Da saß Adnan also auf einem Polizeirevier und trank Kaffee mit einem Bulle namens Tobbe. Die Welt stand Kopf. Nach einer Weile kam ein anderer Typ herein, ein dünner, rotwangiger Mann um die sechzig, sah aus wie ein Alkoholiker, hatte eine Kartoffelnase mit tiefen Mulden. Keine Uniform, stellte sich als Ölund vor. Offenbar sollte er die Vernehmung durchführen. Tobbe verschwand. Die angenehme Stimmung mit ihm. Ölund schaltete den Computer an und fluchte über irgendetwas, das nicht zu funktionieren schien, dauerte sicherlich fünf Minuten. Adnan saß stumm da, starrte Ölund an. Der Typ sah definitiv nicht wie ein Bulle aus, hätte in Uniform draußen auf der Straße nicht gerade beeindruckt. Vielleicht hockte er deshalb hier hinter dem Schreibtisch. Ölund wollte Adnans Ausweis sehen, aber er hatte keinen dabei. Dafür musste Adnan eine Menge Fragen über sich selbst beantworten, erzählen, wann er das letzte Mal verurteilt worden war, wofür, wie lange hatte er gesessen. Dann sah Adnan sein eigenes Foto auf dem Bildschirm, es war das von seinem Pass. Wieso all diese Fragen, wenn Ölund sein Passfoto hatte? Am Ende wirkte Ölund jedenfalls zufrieden, schien sich sicher zu sein, dass Adnan tatsächlich Adnan war. Die eigentliche Vernehmung begann. Adnan war auf einmal gestresst, wie viel konnte er verraten? Er hatte keine Zeit gehabt, sich eine Geschichte zurechtzulegen. Dieser Tobbe hatte ihn mit seinem Gerede abgelenkt. Die Jugoslawen durfte er nicht erwähnen. Dann war er geliefert. Der nächste Gedanke war schrecklich. Hajir starb vielleicht. Oder war er etwa schon tot? Adnan wurde ganz übel. Es war furchtbar, nicht Bescheid zu wissen. Er fragte Ölund. Ölund hatte keine Ahnung und ihn schien das auch nicht sonderlich zu kümmern. Ölund wollte, dass Adnan erzählte, was er den Tag über gemacht hatte. Adnan nannte das Paradies und sagte, dass sie dort gegessen hatten. Hoffte, dass Hajir dasselbe sagen würde, sofern er noch lebte. Dann würde die Story halten. Alle wussten, wie es ging. Erzähle Details von allem, was vorher und nachher war. Dann glichen sich die Geschichten aller Beteiligten. Was das eigentliche Ereignis betraf, Gedächtnisverlust. Das machte es für die Bullen schwieriger, einem etwas nachzuweisen. Adnan musste es sich noch einmal klarmachen. Dieses Mal wurde er nicht verdächtigt. Aber es war trotzdem besser, sich an das übliche Konzept zu halten. Ölund seufzte und tippte im Adler-Suchsystem. Es dauerte hundert Jahre. Schließlich drehte er den Bildschirm und Adnan durfte den Bericht lesen. Sieben Zeilen. Ölund fragte, ob Adnan bestätige, was dort stand. Er nickte. Ölunds Zeigefinger kreiste erneut über der Tastatur und fügte eine weitere Zeile hinzu. Verhörprotokoll am Bildschirm gelesen und bestätigt. Jetzt durfte Adnan gehen. Komisch, einfach so abzuziehen, nachdem die Vernehmung vorbei war. Draußen war es kalt, zumindest in dem dünnen Hemd, das Adnan bekommen hatte. Der Herbst hielt Einzug und es war spät geworden, fast Mitternacht. Er merkte, dass er seit dem Vormittag nicht mehr auf sein Handy geblickt hatte. 56 verpasste Anrufe, die meisten von seinem kleinen Bruder. Adnan fluchte innerlich. Natürlich hatte Samir von dem Schusswechsel gehört. Und dann wussten die Eltern auch Bescheid. Verdammt. Er hatte keine Lust, sich von ihnen noch mehr Klagen anzuhören. Und vor allem wollte er nicht, dass sie sich Sorgen machten. Er ging in Richtung U-Bahn-Station Zollner. Dachte an Amanda. Er brauchte Gesellschaft. Jemanden, mit dem er reden konnte. Er suchte ihre Telefonnummer heraus und wurde nervös. Was war, wenn sie nicht wollte? Es klingelte. Sie ging ran und er fragte, was sie gerade machte. Nichts besonderes. Liege auf dem Sofa und schaue fern. Wollte mich bald hinlegen und du? Bei mir ist was passiert. Ich bin in Zollner und wollte fragen, ob ich vielleicht kurz bei dir vorbeikommen könnte. Oh, klar. Natürlich. Ich hoffe nur, es ist nichts Schlimmes. Doch, leider schon. Wo wohnst du? In der Fördersgater, Nummer 9. Ich weiß ungefähr, wo das ist. Das finde ich. Adnan war erleichtert. Er hatte nicht die Kraft, Samir anzurufen, ihm alles zu erklären, nicht heute. Er schickte stattdessen eine SMS und schrieb, dass alles in Ordnung sei, dass er morgen anrufen würde. Sobald er die Nachricht abgeschickt hatte, klingelte sein Telefon. Samirs Name leuchtete auffordernd auf dem Bildschirm. Adnan ging ran. Ja? Bist du noch ganz dicht? Wir dachten, du seist tot. Ich war den ganzen Abend bei Mama und Papa und du schickst nun eine SMS und sagst, alles in Ordnung? Samir klang wütend, sonst wurde er nie laut. Ich weiß. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich das jetzt nicht mehr packe. Heute ist zu viel passiert. Komm gerade von der Vernehmung bei dem Bullen, will jetzt nur nach Hause und pennen. Was ist denn eigentlich passiert? Wer hat geschossen? Während Samir fragte, hörte Adnan Hosseins Stimme im Hintergrund. Aufgeregt befahl Adnan, sofort nach Hause zu kommen. Wir reden morgen darüber, meinte Adnan. Was für eine Scheiße hast du diesmal wieder gebaut? Und Hajia, sein Alter hat mehrere Male angerufen und gefragt, ob wir irgendwas wissen. Adnan's Magen verkrampfte sich, als er Hajias Namen hörte. Wie geht es ihm? Er liegt im Koma, kapierst du? Er kann sterben. Habs kapiert. Wir reden morgen weiter, ich bin fix und fertig. Papa, will mit dir? Adnan drückte den Anruf weg, nicht noch mehr Vorwürfe. Er war doch verdammt noch mal derjenige, auf den man geschossen hatte. Der Bulle namens Tobbe hatte mehr Verständnis als seine eigene Familie. Adnan stand vor der Haustür und klingelte. Im Treppenhaus ging das Licht an und sie kam die Treppe herunter, bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer weißen Bluse in Übergröße, die blonden Haare offen. Wie hübsch sie war! Klar, hatte er das vorher auch schon gewusst, aber an diesem Abend war der Eindruck stärker als zuvor. Vielleicht war er besonders verletzlich. Sein Puls raste. Was zum Teufel sollte er sagen? Sie öffnete die Tür und umarmte ihn, Roch nach frisch gewaschenen Klamotten. Sie gingen in ihre Wohnung hoch. Willst du was trinken? Ein Tee vielleicht? Adnan merkte, dass er seit einer Ewigkeit nichts mehr gegessen hatte. Ach, das wäre super. Hast du vielleicht auch ein Brot oder sowas? Hab eine Weile nichts gegessen. Logisch bringe ich dir. Adnan machte es sich auf dem Sofa bequem und hörte, wie Amanda den Wasserkocher füllte, in der Küche herumwerkelte. Es war schön hier zu sein, entspannt irgendwie. Er atmete aus und sah sich um. Gemütliche Wohnung, typisch weiblich eingerichtet, überall Kerzen, hübsche Vorhänge, das meiste in Weiß, Rosa oder Schwarz. Amanda kam mit einem Tablett ins Wohnzimmer. Adnans Nervosität wich ein wenig, und er schaute, was sie alles gebracht hatte. Verschiedene Brotsorten, Aufschnitt, Tee. Er griff zu, strich sich gleich drei Brote auf einmal. »Was ist denn passiert? Normalerweise bist du ja nicht in Zollner, oder?« Adnan schwieg kurz, überlegte, wie er anfangen sollte. Hm. »Ich hab vielleicht nicht ganz alles über mich erzählt. Es ist früher eine Menge Mist passiert, und das hat mich irgendwie eingeholt.« ich mag dich, also erzähle ich dir das jetzt. Und kann nur hoffen, dass du mich nicht für einen Riesenidioten hältst. Warum sollte ich? Adnan seufzte tief. Zum ersten Mal würde er mit seiner kriminellen Laufbahn keinen Eindruck schinden können. Er nahm einen Schluck Tee. Ich wurde heute fast erschossen. Amandas Augen wurden größer. Mein bester Kumpel wurde in den Rücken getroffen. Er liegt im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob er überlebt. Was ist passiert? Ich schulde einem Typen Geld. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass es darum ging. Ich glaube, einer von den anderen war ganz einfach eifersüchtig. Äh, jetzt wird das alles ein bisschen verwirrend. Erzähl doch bitte von Anfang an. Adnan beschloss, reinen Wein einzuschenken. Zumindest fast. Ich war wegen Drogenhandel im Knast anderthalb Jahre. Ich wurde vor kurzem rausgelassen. Er sah sie an, um ihre Reaktion zu beobachten. Weiter, sagte sie nur. Ich und ein Kumpel, der Miran heißt, haben das Zeug für einen Jugoslawen verkauft. Als wir eines Tages da saßen und den Stoff portionierten, platzten die Bullen rein. Ich konnte noch einen Teil die Toilette runterspülen, sonst hätte ich viel länger gesessen, kann ich dir sagen. Aber jetzt findet der Jugo, dass ich ihm was schulde wegen dem verschwundenen Koks. Heute hatte ich mich mit ihm verabredet, um ihm die Schulden zurückzuzahlen. Er sah Amanda wieder an. Noch immer keine Reaktion. »Sag doch was.« »Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich treffe nicht jeden Tag einen Kerl, der so etwas erzählt.« »Verstehe. Und du brauchst es mir nur zu sagen, wenn ich gehen soll. Ich will nur ehrlich sein. Ich will mit der Kacke nichts mehr zu tun haben. Aber es ist nicht so leicht, daraus zu kommen.« Amanda drehte die Teetasse hin und her. »Aber warum hat er denn geschossen?« Du hattest doch das Geld dabei, oder? Ja, aber es war ein anderer, der geschossen hat. Sie hob die Augenbrauen. Der Yugo hat immer Unterstützung dabei, unter anderem einen Typen, den wir Gorilla nennen. Und um es kurz zu machen, Hadjir ist mit der Ex vom Gorilla zusammen. Der Gorilla, sagst du? Amanda stellte die Tasse mit einem harten Knall ab, so dass der Tee spritzte. Warum wird er Gorilla genannt? Adnan zuckte mit den Schultern. »Weil er so aussieht.« »Aha, und wie heißt er mit richtigem Namen?« Sie nahm eine Serviette und wischte damit den Tisch ab. Vatos irgendwas, warum fragst du?« »Nur so. Und wer ist dieser Hadjir?« »Mein Kumpel, auf den geschossen wurde.« »Ich dachte, das war Midan.« »Nein, Hadjir ist für Midan eingesprungen. Midorat hat geschrien wie ein Irrer die ganze Zeit, und ich bin ziemlich sicher, dass er versucht hat, ihn aufzuhalten. Aber ich weiß es nicht.« Adnan aß sein letztes Brot und strich sich ein neues. Wer ist Milorat? Der Jugo. Er ist der Jugo-Boss in der Stadt. Es ist nicht ganz leicht, dir zu folgen. Was hat dieser Milorat denn geschrien? Keine Ahnung. Das war in Jugo-Sprache. Es war eine Weile still. Adnan wartete auf das Urteil. Würde sie ihn auffordern, die Wohnung zu verlassen? Stattdessen, sie rutschte näher legte ihm die Arme um den Hals, drückte ihn, spielte mit der Hand in seinen Nackenhaaren. Er sog ihren Duft ein, erwiderte ihre Umarmung. »Wie kommt es, dass du in Zollner gelandet bist?« Sie zog sich ein wenig zurück und schaute ihn an. »Ich musste mit aufs Polizeirevier für eine Vernehmung.« »Aber das ist doch gut. Dann werden Sie diesen Gorilla bald schnappen, oder?« »Nein, ich habe niemanden verpfiffen. Das macht man nicht. Sonst ist man geliefert.« ich könnte mich genauso gut vor einen Zug werfen. Um Himmels willen. Aber was machst du denn jetzt? Keine Ahnung. Eine Weile untertauchen nehme ich an. Wissen Sie, wo du wohnst? Nein, aber man kann nie sicher sein. Sie schien zu überlegen, biss sich auf die Unterlippe. Du kannst heute Nacht hier schlafen, wenn du willst, meine ich. Ob er wollte? Adnan hätte niemals damit gerechnet. Wenn es so gut lief, konnte man jeden Tag auf ihn schießen. Gern. Wenn das okay für dich ist, ich will mich nicht aufdrängen. Er wunderte sich über sich selbst, redete wie der reinste Gentleman. Nein, ist doch nett. Dann macht es dir nichts aus. Das alles, was ich erzählt habe? Wir gehen jetzt schlafen, dann sehen wir weiter. Es ist ein bisschen schwer, alles auf einmal zu verdauen. Im Moment fühlt es sich jedenfalls richtig an, dass du hier übernachtest. Willst du eine Zahnbürste? Das letzte, an das Adnan jetzt dachte. Er folgte ihr ins Badezimmer. Sie kramte in einer Schublade und gab ihm eine rosa Zahnbürste. Ich habe leider keine andere Farbe. Sie lachte und ging raus. Als er fertig war, ging er ins Schlafzimmer und kroch unter die Decke. Rosa. Das Bett roch frisch bezogen. Er wartete auf sie, hörte im Badezimmer das Wasser laufen. Überlegte, was er am nächsten Tag machen sollte. Priorität 1 lautete, checken, wie Sajir ging. Wenn er es wagte. Wusste er nicht, wie die Jugos dachten. Vielleicht hingen sie vorm Krankenhaus rum. Priorität 2 war Vincent. Der war ihm eine verdammte Erklärung schuldig. Hatte versprochen, dass alles reibungslos laufen würde. Adnan war fast eingeschlafen, als Amanda zu ihm ins Bett kam. Die Ereignisse forderten ihren Tribut. Sie trug schwarze Spitzenunterwäsche, einen halb durchsichtigen Slip, nichts obenrum. Träumte er. Sie legte sich dicht neben ihn, strich ihm mit einer Hand über den Brustkorb, ihre Hand glitt nach unten, ein Finger fuhr den Rand seiner Shorts entlang wieder hoch zum Brustkorb. Adnan schluckte. Das ist doch gut, oder? sagte sie. Hoffentlich schon. Hey, ich habe mich eins gefragt, »Um wie viel Geld ging es eigentlich?« Ihre Hand tanzte auf seiner Haut. »Fuck, was für eine heiße Braut!« »Was?« ja, »Dass du diesem Milorad geschuldet hast.« so, 350.« »350.000?« »Ja, aber er hat heute 200 bekommen.« »Und woher hattest du die?« »Du stellst echt viele Fragen.« »Wundert dich das?« Du liegst in meinem Bett. Und dann erzählst du mir, dass du einem Kerl einfach so 200.000 gegeben hast. Die kriegt man nicht einfach so. Und woher kriegst du den Rest? Weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, dass ich das lösen wird. Die 200, die ich heute übergeben habe, hat mir ein Typ geliehen, für den ich früher gearbeitet habe. Also hoffe ich, dass er mir auch den Rest leiht. Amanda sah misstrauisch aus. Ihm ging auf, dass das alles ziemlich verrückt klingen musste. Wirst du das Geld abarbeiten, oder was? Ja, so kann man es sagen. Er meinte jedenfalls, dass er mich bald braucht. Er eröffnet bald einen neuen Club. Amandas Augen forderten ihn auf, fortzufahren. Er betreibt schon mehrere in Stockholm. Ihm gehört die ganze Vergnügungsbranche, sollte ich wohl sagen. Ich war bei ihm früher Türsteher. Er schob die Decke beiseite, musste sich ein wenig abkühlen. Was sollst du in dem neuen Club machen? Weiß ich noch nicht. Er hat nur gesagt, dass er mich brauchen wird. Es gibt ja auch andere Sachen zu tun, als an der Tür zu stehen. Drinks servieren und so, du weißt. Adnan hatte nicht vor, von Vincent's weniger legalem Business zu erzählen. Dann wirst du eine Menge Drinks servieren müssen, um das alles zurückzuzahlen? Du, ich bin nicht völlig beschränkt. Ich weiß ja nicht, was für Frauen du früher getroffen hast, aber ehrlich, ich weiß nicht, was er von mir verlangen wird. Aber er ist meine einzige Chance. Wir werden sehen, was er haben will. Welche Clubs hat er? Paradies, Tiger, Halftrapper Up und noch einige andere. Kennst du die? Ja, ich war mal im trapper Up, aber ich gehe nicht so oft weg und wenn dann gehen wir meistens in ein Pub oder so. Es herrschte wieder eine Weile Stille. Hatte er zu viel gesagt, aber sie hatte ihn immerhin nicht aufgefordert zu gehen. Seine Gedanken wanderten zu Vincent. Ihm war ebenso klar wie Amanda, dass er keine Drinks servieren würde. Er vermutete, dass er wieder auf Huren aufpassen musste. Aber was blieb ihm für eine Wahl? Na, ich mache jetzt das Licht aus. Wir müssen beide erst einmal eine Nacht darüber schlafen. Sie streckte die Hand nach der Nachttischlampe aus, und es wurde finster. Nur die Straßenbeleuchtung drang durch die Ritzen der Vorhänge. Er drehte sich zu ihr, strich ihr über den Rücken, ließ seine Lippen über ihre Haut wandern, fand den Mund. Sein Glied wurde sofort steif. Er drückte sich an sie, griff nach ihrer Brust, fest. Die Warzen waren hart. Shit! Er konnte sich nicht mehr lange zurückhalten, zog an ihrem Slip. Adnan, lass uns jetzt schlafen. Ich muss erst mal über alles nachdenken. Fuck! Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Du bist so verdammt schön. Seine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt. Er sah, dass sie lächelte. Gute Nacht. Gute Nacht. Er lag eine Weile da und starrte zur Decke, unten noch immer steif. Er versuchte an eine hässliche Braut zu denken, damit sich das Teil wieder beruhigte, unmöglich mit dieser Frau neben sich, in schwarzem Spitzenunterhöschen. Sie hatte einen wunderschönen Körper, muskulös, aber dennoch weiblich, was trainierte sie Ganz bestimmt keine Pseudo-Einheiten im Fitnessstudio. Er würde sie am Morgen fragen, wenn sie dann noch mit ihm reden wollte. Amanda wachte früh auf und hatte Adnan Nassimi neben sich. Nun hatte sie ihn dort, wo sie ihn von Anfang an haben wollte. Er hatte sich geöffnet und von seinem Leben erzählt. Jetzt hatte sie die Chance, sich einzunisten. Merkwürdig war nur, dass es sich nicht komisch anfühlte, dass er in ihrem Bett lag. Im Gegenteil, es war total angenehm. Sie kroch leise aus dem Bett, machte in der Küche die Kaffeemaschine an. Kaffee am Morgen war einfach etwas Besonderes. Sie füllte ein Tablett mit Joghurt, Müsli, Orangensaft, belegten Broten und Kaffee, ging zu Adnan zurück. Wie fühlst du dich heute? Er blinzelte ihr entgegen. Erst wusste ich nicht, wo ich bin. Und als ich mich wieder erinnert habe, fühlte sich das Saugut an. Dann fiel mir Hajir ein. Ich muss heute zu ihm. Er griff nach ihrem Handgelenk und massierte es mit dem Daumen. Ich hatte schon Angst, du würdest mich rausschmeißen, sobald du die Augen aufmachst. Die Berührung jagte ihr einen Schauer über den Leib und sie wusste kaum, was sie sagen sollte. Stell jetzt einfach mal keinen Unfug an. Ich möchte nicht, dass dieser Jugoslawe sich vor meiner Haustür rumtreibt. Nein, auf keinen Fall. Meinst du etwa, ich könnte öfter vorbeikommen? Er zwinkerte. Oh. Dabei wollte ich doch die Unzugängliche spielen. Aber du bist doch unzugänglich, oder? Ich krieg dich nicht richtig zu fassen. Findest du? Inwiefern? Ich komme hier nicht rein. Er legte ihr die Hand auf den Brustkorb. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber so lange kennen wir uns doch noch nicht. Sie rutschte zu ihm, und er legte ihr die Hand auf den Nacken, zog sie an sich, sie küssten sich, weich sachte. Erforschten einander mit den Händen, Adnan beugte sich über Amanda, sie legte sich auf den Rücken. Seine Hand näherte sich, ein Finger fuhr die schwarze Spitze entlang, sie hörte sich selbst keuchen, drückte sich an ihn, wartete, dass seine Finger tiefer wanderten. Dann waren sie da, streichelten, er stöhnte laut, ganz offenbar erregt, weil sie bereit war, Sie griff mit der Hand nach unten und zerrte an seinen Boxershorts. Er legte sich zur Seite und half, zog sie aus. Sie nahm sein Glied in die Hand, warm, hart, oben ein wenig feucht. Auch er war bereit. Sie hatte alle Gedanken an Sana verdrängt und einfach losgelassen. Beide lächelten und sahen sich an. Sie wusste, dass es nicht bei diesem einen Mal bleiben würde. Ich muss wohl noch mal frischen Kaffee machen. Adnan lehnte sich über die Bettkante und tunkte einen Finger in die Tasse. Ja, außer du stehst auf Eiskaffee. Amanda ging wieder in die Küche und setzte Kaffee auf, hörte Adnan im Badezimmer. Sie aßen zusammen und Amanda sagte, dass sie am Abend einen Flug habe, sie hatte ihm erzählt, dass sie als Stewardess für SAS arbeite. Zum Glück stellte er keine allzu neugierigen Fragen dazu. Wollte nur wissen, ob sie Flugangst habe und an welche Orte sie schon gereist sei. Die Mahlzeit zog sich bis in den späten Vormittag. Gegen elf Uhr verließ Adnan die Wohnung. Er wollte zu Hajia ins Krankenhaus und fragte sie, ob sie mitkommen wolle. Sie war überrascht, merkte aber, dass er es ernst meinte. Als würde er ihre Unterstützung brauchen. Sie sagte, sie hätte schon was vor. Durfte nicht riskieren, Kollegen zu treffen, falls sie noch auf Hajia aufpassten. Außerdem war vielleicht dasselbe Personal da wie am Vorabend. Sie sah ihm durch das Fenster nach. Er trug ein Hemd, das er im Arrest bekommen hatte. Er hatte von einem Bullen erzählt, der total autoverrückt war. Tobbe hatte also seinen üblichen Trick angewandt, so viel wie möglich quatschen, damit der andere keine Zeit hatte, sich Lügen auszudenken. Sie stieß einen langen Seufzer aus. Was ging hier vor? Sie wollte sich nicht auf etwas einlassen, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Nein, sie hatte alles unter Kontrolle. Sie stand am Fenster, bis Adnan außer Sicht war. Was sollte sie nun tun? Sie wollte bei so schönem Wetter nicht in der Wohnung bleiben und schickte Vicky eine SMS, fragte, ob sie mit ihr Inline skaten wolle. Bekam schnell eine Antwort. Vicky war dabei. Amanda nahm eine Blitzdusche und wusch die morgendlichen Aktivitäten weg, trug Mascara auf, dann packte sie ihre Sachen zusammen und fuhr zu Vicky, die in der Jernwegsgartern in Sundbüberje wohnte. Mit dem Auto waren es nur fünf Minuten. Vicky kam aus dem Café, das an der Ecke ihrer Straße lag. Sie hatte Vanillebrötchen gekauft, die sie nach dem Sport naschen konnten. Sie düsten in Richtung Kerschön. Der beste Badeort im westlichen Stockholm. Er lag direkt hinter der Nockebüblon. Ein perfekter Ausgangspunkt. Fahrradwege, die sich über ganz Ekerö erstreckten, kaum Verkehr. Nach anderthalb Stunden waren sie zurück, zogen die verschwitzten Klamotten aus und kühlten sich mit einem Sprung ins Nass ab. Als sie zur Decke zurückkam, holte Vicky die Vanillebrötchen und zwei Flaschen Mineralwasser hervor. Amanda nahm den ersten Bissen von ihrem Vanillebrötchen, himmlisch gut. Hast du von dem Kommissar auf Gotland inzwischen wieder was gehört? Fragte Amanda. Kein Mucks. Es ist, als hätte der Sommer mit ihm nie existiert. Wahrscheinlich ist er zurück zu seiner Frau. Aber besonders traurig scheinst du ja nicht zu sein, oder? Nein. Aber das Schlimmste ist, dass ich neulich was gehört habe. Vicky nahm ein paar Schlucke von ihrem Mineralwasser, stellte die Flasche ins Gras und wartete, als wolle sie den Gewinner eines Wettbewerbs verkünden. Er hat einen Posten als Polizeichef in Westeroth bekommen. Hm, mal wieder typisch. Wann fängt er an? Im November, glaube ich. Aber dann erfährst du ja vielleicht, ob er wieder zurück zu seiner alten ist oder nicht. Ja. Wobei, mir ist das inzwischen egal. Aber natürlich ist es interessant zu wissen, ob ich nur ein Zeitvertreib für ihn war. Hm? Wird cool zu sehen, wie er so ist, dein Kommissar. Amanda wickelte das Handtuch um sich, sie holte ihr Handy hervor, um nachzuschauen, wie spät es war, und sah, dass sie ein SMS bekommen hatte. Sie dachte sofort an Adnan und freute sich, sie machte die Nachricht auf und las. Hure. Das war alles. Sie kannte die Nummer nicht, darauf war sie nicht gefasst gewesen, hatte sich jemand in der Adressatin geirrt? »Was ist los? Du siehst komisch aus.« »Da steht nur Hure in der SMS.« »Hure? Wer hat sie geschickt?« »Keine Ahnung. Ich kenne die Nummer nicht.« »Schick sie zur Auskunft.« »Mach ich.« Amanda schickte die unbekannte Handynummer weg und erhielt innerhalb weniger Sekunden eine Antwort. Die Nummer war nicht registriert, also ein Kartentelefon. »Du musst dem nachgehen. Hab ich dir erzählt, was mir im Frühjahr passiert ist?« »Nein.« »Das war kurz bevor ich nach Gotland gefahren bin. Eine total kranke Geschichte. Es fing damit an, dass ich eine lange SMS bekommen habe, die mit »Hallo Mia« begann. Dann folgte ekliges, pornografisches Zeug, wo er sich für das letzte Mal bedankte, wie schön es gewesen sei, seinen Schwanz, du weißt schon. Er schrieb, dass er Andreas heiße. Ich habe ihm geantwortet, dass er die Nachricht an die falsche Person geschickt haben musste. Daraufhin kam eine Entschuldigung zurück, in der er erklärte, wie sehr er sich schäme und dass das nicht mehr vorkommen würde. Eine Woche später kam dann eine ähnliche Nachricht, dieselbe Leier: "Hallo Mia, das ganze Zeug und dass sie von Andreas war." Oh Gott, kennst du denn einen Andreas? nein ich habe ihm wieder geantwortet, dass er sich in der adressatin geirrt hat und er schob es darauf, dass meine nummer vom letzten mal noch auf seinem Handy war und jetzt kommt das schlimmste ein paar tage später kam eine MMS die jemanden zeigte, wie er sich einen runterholte. Was wie sah er aus Ein paar jungs, die zuvor volleyball gespielt hatten gingen vorbei und blickten neugierig herüber. Vicky dämpfte ihre Stimme ein wenig. Nein, es war nur eine Nahaufnahme. Aber nun kommt der Oberhammer. Kurz danach bin ich mit Jenny Streife gefahren. Dabei habe ich ihr davon erzählt. Und es kam raus, dass sie genau dieselben Nachrichten bekommen hatte. Aber wie ist das möglich? Das muss ja einer gewesen sein, mit dem ihr beide mal zu tun hattet. So dachten wir auch. Deshalb erschien uns die Sache noch unschöner. Aber habt ihr Anzeige erstattet? Das ist vielleicht ein irrer Psychopath. Die Sache ist, wir wissen inzwischen, wer es ist, und ja, ich habe Anzeige erstattet, aber da war es schon zu spät. Warum? Wer war es? Jenny hat Annette davon berichtet, und die arbeitet ja im Dezernat für Raubüberfälle. Sie wiederum hat alles ihrem Chef erzählt, Magnus Blomberg. Für den habe ich nach der ganzen Geschichte nicht mehr viel übrig, kann ich dir sagen. Amanda zuckte zusammen, wurde noch neugieriger. Warum denn? Was hat er gemacht? Er hat einfach bei dieser Handynummer angerufen. Ein kleines Mädchen ging ran und reichte es ihrem Papa weiter, und als Magnus fragte, wo er gelandet war, stellte sich der Typ als Hundeführer vor. Das ist ja total krank. Hat es zugegeben? Also, ich glaube nicht, dass er überhaupt vernommen wurde, denn dieser Magnus Blomberg ist offenbar mit dem Chef der Hundeeinheit befreundet. Er hat ihn also direkt angerufen und alles erzählt. Daraufhin bekam dieser Hundeführer angeblich eine heftige Ermahnung. Eine Ermahnung? Dieser Typ hat bei der Polizei nichts verloren. Und plötzlich wollte Jenny nicht mehr gegen ihn aussagen. Sie hatte früher mit dem Typen zusammengearbeitet, und er tat ihr wohl leid oder so, ich weiß es nicht. Aber Hallo? Es spielt doch wohl keine Rolle, ob er ihr leid tut. Ich will auf keinen Fall mit Kollegen arbeiten, die so etwas treiben. Und was war mit Magnus Blomberg? Er hätte doch ein Disziplinarverfahren an den Hals kriegen müssen, wenn er der Anzeige nicht nachgegangen ist. Davon war nicht die Rede. Stattdessen erhielt ich einen Anruf von Annette, bei dem sie mich ausschimpfte, weil ich Anzeige erstattet hatte. Sie bekam auf einmal kalte Füße, da sie ihren Chef in das Ganze reingezogen hatte. Wie du sagst, er hätte ein Disziplinarverfahren verpasst kriegen müssen. Vermutlich hatte sie Angst, sich mit ihm anzulegen. Also kam nichts dabei raus? Nein, ich wurde vernommen, aber ich weiß nicht, ob der Hundeführer auch zum Verhör musste. Auf jeden Fall arbeitet er weiter. Der Fall wurde irgendwann zu den Akten gelegt, nehme ich an. Scheiße. So pervers. Amanda schüttelte den Kopf. Vicky fuhr fort. Deshalb musst du überprüfen, ob dich da nicht irgendein Kollege belästigt. Total verrückt, überhaupt daran denken zu müssen. Aber ich werd dem nachgehen. Sie würde die Nummer prüfen, wenn sie das nächste Mal arbeitete. Sie glaubte nicht, dass es ein perverser Kollege war, aber auch nicht, dass sich jemand mit der Nummer geirrt hatte. Sie war gemeint. Magnus hatte mehrere Tage vor Adnans Wohnung gesessen, Tainstergongen 30. Er hatte jetzt ein komplettes Bild von allen Bewohnern des Hauses, wusste, wann sie morgens aufstanden und wann sie sich abends schlafen legten, wer nachts aufs Klo ging und wer in den jeweiligen Familien den Müll runterbrachte. Er wusste alles über alle, außer über Adnan fucking Nasimi. Der Araber war kein einziges Mal aufgetaucht, über mehrere Tage hinweg. Zwar hatte Magnus nicht rund um die Uhr dort gesessen, aber fast. Samir hatte endlich angefangen zu liefern, kapiert, wie ein Informant sich zu verhalten hatte. Es war ein Geben und ein Nehmen, auch wenn es die Familie betraf. Magnus hatte ihn mehrmals angerufen und gefragt, warum Adnan nie in seiner Wohnung war. Samir hatte beteuert, dass er es nicht wisse. Fand auch, dass es komisch war, hatte seit der Schießerei nichts mehr von seinem Bruder gehört. Klar, der Araber verlegte bestimmt sein Rohr in Solna, bei Amanda. Seine Verwicklung in das Schussdrama konnte ihr nicht entgangen sein. Sollte er den Posten nach Solna verlegen und vor Amandas Hauswache schieben? Das beinhaltete ein großes Risiko. Andererseits zwei Fliegen mit einer Klappe. Am nächsten Tag schickte er seine Kollegen zu verschiedenen Aufträgen und sagte, dass er selbst ein paar Informanten treffen würde. Niemand stellte das in Frage. Alle wussten, wie wichtig solche Kontakte waren. Er parkte weit weg von Amandas Wohnung, wollte sich nicht durch den Wagen verraten, setzte sich in ein Treppenhaus, von dem aus er die Haustür und ihr Küchenfenster im Blick hatte. Um 14 Uhr fing er an. Gegen fünf hatte er vom Sitzen kräftige Schmerzen in einer Pobacke, er ging zu einem kleinen Laden um die Ecke, kaufte eine große Cola, Erdnüsse und die Abendzeitung, trat gerade wieder auf die Straße, als bei Amanda die Haustür aufging. Bingo! Es war, wie er vermutet hatte, Adnan Nasimi kam heraus. Er trug einen weißen Pullover, die Kapuze hochgeschlagen. Kam Magnus entgegen. Wollte der Araber auch einkaufen? Magnus schlug die Zeitung auf und tat so, als würde er im Gehen lesen. Der Luftzug, als sie aneinander vorbeigingen, war ebenso spürbar wie Adnan Nasimis Blick, der die Zeitung zu durchbohren schien. Der Araber hatte sicher Schiss. Magnus war froh, dass er heute keinen Ohrhörer trug, wusste, dass die Ganoven als erstes danach Ausschau hielten. Ohrhörer und Schutzweste. Mit einer Schutzweste flog man sofort auf. Adnan Nassimi ging tatsächlich in den Laden. Magnus machte eine schnelle Runde um den Häuserblock und huschte wieder in das Treppenhaus, sah, wie der Araber zurückkam. Um sieben Uhr hielt er es nicht mehr aus. Er brauchte Frischluft. Zu Hause in der Villa war es stockdunkel. Totale Stille. Hallo, Pia? Sie hatte sich doch wohl noch nicht hingelegt? Es war erst halb elf. War sie auf dem Sofa eingeschlafen? Er ging ins Wohnzimmer, der Fernseher aus, keiner da. War sie nicht zu Hause? Er holte sein Handy hervor und rief sie an, hörte den Klingelton ihres Telefons und fand es auf der Küchenbank. Vor Zorn wurde seine Kieferpartie ganz steif. Er nahm ihr Telefon und sah, dass der letzte Anruf von Annelie stammte. Natürlich. Wenn jemand Pia weggelockt hatte, dann die hässliche Annelie. Er durchforstete das Handy, öffnete den Ordner empfangene Nachrichten, leer, gesendete Nachrichten, leer, blätterte durch alle Kontakte, wollte sehen, ob es jemanden gab, den er nicht kannte, fand niemanden, er legte das Telefon zurück, öffnete den Kühlschrank und nahm sich ein Guinness, stellte es zurück und schloss die Kühlschranktür, öffnete sie wieder, nahm das Bier heraus und goss es in ein Bierglas. Im Wohnzimmer machte er den Fernseher an, setzte sich in seinen Sessel, legte die Beine auf den Fußschemel und wartete. Wartete, dass seine Frau nach Hause kam. Er seppte von Kanal zu Kanal, blieb bei Two and a Half Man hängen. Es war eine alte Folge, aber das machte nichts. Unterhaltsamer Zeitvertreib. Um 23.10 Uhr hörte er ein Auto kommen. Er ging zum Fenster und sah, wie Pia aus einem Taxi stieg. Zurück in seinem Sessel nahm er einen Schluck von Bier Nummer zwei sah zu, wie Charlie Sheen im Fernsehen eine Braut nagelte, hörte, wie Pia den Schlüssel ins Schloss steckte, sie öffnete und kam ins Haus. »Hallo! Bist du schon zu Hause?« Pia klang fröhlich. Magnus hielt das Bierglas fester als normal. »Na, ja, weshalb sollte ich das nicht sein?« »Na, du meintest doch, dass du nicht vor zwölf Schluss hast. Ich bin nur überrascht.« »Um elf habe ich Schluss.« und wo warst du? In der Stadt mit Annelie. Sie hat mich zum Essen eingeladen, weil ich morgen Geburtstag habe. Genau, verdammt, Piers Geburtstag. Aha, schön. Aber du hättest wenigstens Bescheid sagen können. Ich habe mir Sorgen gemacht. Pia ging zum Sofa und setzte sich. Ich dachte, ich wäre vor dir wieder zu Hause. Außerdem habe ich es mehrmals bei dir versucht, aber du bist nicht rangegangen. Magnus erinnerte sich auf einmal, dass Pia angerufen hatte, dreimal sogar, während er im Treppenhaus gesessen und Amanda und den Araberschwanz überwacht hatte. Du hättest ja eine Nachricht hinterlassen können. Du weißt genau, dass ich Überraschungen hasse. Ja, aber ich dachte, vor dir wieder da zu sein. Du wolltest mir also nicht sagen, dass du ausgegangen bist und Männer angemacht hast, meinst du? Magnus wusste, dass er sich beherrschen sollte, aber er konnte nicht. Er musterte sie von oben bis unten. Sie war verdammt hübsch, so hübsch hatte er sie schon lange nicht mehr gesehen, ihr Haar war irgendwie anders. Hatte sie sich locken machen lassen? Sie trug einen braunen Rock, Stiefel mit hohen Absätzen, eine weiße Bluse. Du meine Schwester hat mich zum Essen eingeladen. Wenn hier irgendwer jemanden angemacht hat, dann nur in deinem Kopf. Pias heitere Stimmung war verschwunden, stattdessen klang sie verärgert. Und wie sagt man so schön? Man soll nicht von sich auf andere schließen. Was willst du damit sagen? Ich will gar nichts sagen. Sie zupfte an ihrem Rock. Warum kannst du dich nicht einfach freuen, dass ich mal was unternommen habe, ohne dass du mich gleich beschuldigst? Ich würde mit anderen flirten. Wer hat denn hier von Flirten gesprochen? Was das, was du heute gemacht hast? Magnus stellte sich Pia in der Bar vor, wie sie mit einem anderen Mann redete, auf einen Drink eingeladen wurde. Du siehst aus wie eine Nutte in diesen Klamotten. Magnus sah vor seinem inneren Auge, wie der Mann an der Bar zu Pia zurücklächelte, ihr mit der Hand über den Rücken strich, die Eifersucht stach ihm in den Magen. Ich gehe jetzt schlafen. Wir können das morgen diskutieren. Pia machte Anstalten, sich aufzurichten. Magnus brüllte los. Du gehst nirgendwo hin, sag es mir, erkläre mir, warum du mich so behandelst. Jeder kann sehen, wie du dich aufgedonnert hast. Locken, geschminkt, diese Klamotten. Jeder Typ in der Bar muss gedacht haben, dass er andocken kann. Magnus nahm zwei Schlucke von seinem Bier. Magnus, hör jetzt bitte auf. Ich habe keine Lust, mich zu streiten. Streiten? Du willst nicht streiten. Wer hat denn hier gesessen und sich Sorgen gemacht? Und jetzt willst du mir nicht mal eine Erklärung geben. Warum takelst du dich nie so auf, wenn du mit mir zusammen bist? Wir gehen ja nie zusammen aus. Und außerdem fandest du, dass ich aussehe wie eine Hure. Komm her! Magnus packte zu wie eine Kobra, riss sie an sich, drückte sie, presste sich an sie. Au, oh, nicht so fest, ich krieg keine Luft! Er küsste sie auf den Hals, zwickte sie in den Po. Magst du es nicht mehr, wenn ich dich anfasse? Dürfen das nur noch andere? Das Blut pulsierte in seinem Schritt. Er knöpfte seine Hose auf, küsste sie hart auf den Mund, verschmierte ihren Lippenstift. Er riss die Bluse auf, hörte wie einer der Knöpfe auf dem Wohnzimmertisch landete. Sie schluchzte auf, das gab erst recht einen Kick. Beim geringsten Widerstand wurde er geiler. Er riss ihr den BH vom Leib und leckte ihre Brustwarzen, bis zu, rieb sein Geschlechtsorgan an ihrem Unterleib, hörte in der Ferne wie sie heulte, nein, hör auf! In Magnus Kopf, mach weiter, härter! Er hörte sich selbst sagen, ah, dir gefällt das nicht wahr? Er zerriss ihren Slip, versuchte ihre Beine zu spreizen. Plötzlich ein krachender Schlag gegen den Schädel, etwas Warmes ran ihm über die Wangen, er betastete die Stelle und schaute Blut, sah einen Kerzenständer in Pias Hand, der auf dem Fernsehtisch gestanden hatte. Du kleines Luder, es ist das, was du willst. Plötzlich war er zurück in Vincents enger Kabine, warf die Nutter auf den Bauch, umklammerte ihren Hals mit einem harten Griff, stieß so fest zu, wie er konnte. Die Kontrolle zu haben gab ihm den Kick, er erhöhte den Rhythmus, stöhnte laut, als es soweit war, schoss die Ladung in ihr ab, bebte, zitterte, löste seinen Griff. Als sich sein Atem wieder beruhigt hatte, kehrte er in die Wirklichkeit zurück, in die Villa. Pia seine Frau schnappte nach Luft. Sie hatte grau-schwarze Wangen von der Mascara. Aber schließlich hatte sie angefangen, oder? Warum zum Teufel hast du mich geschlagen? Ich bin ja voller Blut. Er stand auf und ging ins Obergeschoss unter die Dusche, wusch das Blut aus dem Gesicht, fingerte an der Beule am Kopf herum. Verdammt. Als er fertig war, wickelte er sich ein Handtuch um die Hüfte und ging zum Spiegel, musterte die Beule. Seine Haare verbargen Pias Attacke. Gut. Er trocknete sich ab. Juckte es nicht ein bisschen da unten? Er nahm seinen Penis in die Hand und guckte ihn eingehend an, sah, dass er ganz rot war. War da nicht auch eine kleine rote Blase an der Spitze? Vermutlich nur die Spuren der letzten Aktivitäten. Aber hatte es in den letzten Tagen nicht auch schon gejuckt? Er verjagte den Gedanken. Magnus erwachte zeitig am nächsten Morgen. Sechs Uhr dreißig. Er hörte das Klirren von Geschirr unten in der Küche und merkte, dass Pia nicht neben ihm geschlafen hatte. Sein Magen zog sich zusammen, als er sich an den Vorabend erinnerte. Pia musste stinksauer sein. Aber sie hatte angefangen. Er betastete die Beule auf seinem Kopf, zog eine Jogginghose und ein T-Shirt an und ging in die Küche. Pia war vollständig angezogen. Strich Brote. Guten Morgen. Hast du hier unten geschlafen? Kia drehte sich zu ihm um, ihr Blick war kühl. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Magnus starrte auf den Schal, der um ihren Hals gewickelt war. Er trat zu ihr und hob ihn ein wenig an. Erschrak, als er die blauen Flecken sah. Ist das von gestern? Ja, wovon sonst? Wir hatten doch nur ein bisschen Spaß, oder? Bist du noch ganz dicht? Du hättest mich fast erwürgt. Ach komm schon, du hast doch angefangen. Fühl mal hier. Er nahm Pia's Hand und führte sie an seine Beule. Spürst du? Es tut furchtbar weh. Aber das war's wert. Er blinzelte. Pia drehte sich wieder um, bestrich weiter ihre Brote. Scheiße. Was hatte er angerichtet? So konnte sie unmöglich zur Arbeit gehen. Er trat näher und umarmte sie von hinten. Liebling, es war keine Absicht. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Dachte, dir gefällt es. Sie antwortete nicht, wirkte verbissen, konzentriert auf ihre Brote. Schatz, das wird nie wieder passieren. Ich lieb dich doch. Wenn dir diese härtere Gangart nicht gefällt, dann machen wir das nie wieder. Sie legte das Messer beiseite, stützte sich mit beiden Händen gegen den Küchenschrank. Das sagst du jedes Mal, wenn du die Beherrschung verloren hast. Aber es passiert wieder, Magnus. Wieder und wieder und wieder. Dieses Mal bist du zu weit gegangen. Sie nahm den Schal ab und entblößte den Hals. Es war schlimmer, als er zunächst gedacht hatte. Die Hämatome zeigten deutlich, wo er zugedrückt hatte. In ihm stieg Panik auf. Liebling, es tut mir furchtbar leid, wirklich. Du warst gestern so unglaublich schön. Du meintest, ich sei eine Hure. Ich hab überreagiert, ich weiß. Komm schon. Er lächelte. Berührte sie sanft am Kinn machte sich daran, sie auf den Mund zu küssen. Sie entzog sich ihm, die weiche Taktik funktionierte nicht wie sonst. »Ich fahre jetzt zur Arbeit, ich bin schon spät dran.« »Du kannst heute nicht dahin, das ist dir doch hoffentlich klar. Wie willst du den anderen das hier erklären?« Er deutete mit einem Kopfnicken auf Pias Hals. »Vielleicht sage ich einfach genau, wie es war.« »Du weißt, dass es nicht böse gemeint war. Ich habe mich nur ein bisschen reingesteigert.« das kannst du dann ja allen sagen, dass du dich ein bisschen reingesteigert hast. Was zum Henker willst du damit sagen? Willst du zur Arbeit fahren und behaupten, dass ich dich misshandelt habe oder was? Hast du das vor? Unsere Ehe zerstören, mich den Wölfen zum Fraß vorwerfen, ist es das? Ja, vielleicht will ich das. Vielleicht hocke ich lieber allein zu Hause, als von dir vergewaltigt zu werden. Vergewaltigt? Magnus fing an zu schwitzen. Wie zum Teufel konnte sie ihn der Vergewaltigung bezichtigen? Du wolltest es genauso wie ich? Ach ja? Habe ich deshalb geweint und versucht, wegzukommen? Zeigt man so, dass man will? Pia hatte ihre Brote fertig gestrichen. Sie ging in den Flur. Du fährst da heute nicht hin. Die ganze Woche nicht. Erst wieder, wenn diese blauen Flecken verschwunden sind. Kapierst du das? Magnus drängte sich an ihr vorbei und blockierte die Haustür. Wer wird dir glauben? Hä? willst du dich vor meine kollegen hinsetzen und behaupten, dass ich dich misshandelt habe er sah, dass sie zögerte, ihr blick flackerte lass uns lieber darüber reden in ruhe frühstücken komm schatz er drückte sie, strich ihr über den rücken, sie schluchzte, war weich geworden ach liebling, manchmal gibt es missverständnisse, so ist es in jeder ehe aber wir beide werden immer eine Lösung finden, weil wir uns lieben, oder? Sie schluchzte kaum hörbar, vergrub ihr Gesicht in seinem Brustkorb, er strich ihr übers Haar, küßte sie zärtlich, er suchte nach ihrem Mund, fand ihn, küßte sie vorsichtig. Sie gab nach, erwiderte den Kuss, leidenschaftlich. Er hatte gesiegt erneut und er würde eine belohnung bekommen versöhnungssex immer wieder gut er zog sie aus bedächtig diesmal sie wirkte geiler als er zerrte seine hose herunter ging in die knie nahm seinen schwanz in den mund er hörte wie sie stöhnte als er es kaum noch zurückhalten konnte setzte er sie auf den küchentisch befriedigte sie mit der zunge bis er spürte wie das blut heftig zwischen ihren beinen pulsierte sie stieß beim orgasmus einen spitzen schrei aus er drang in sie ein und sie krampfte sich um seinen Schwanz. Das machte ihn fast verrückt. Er kam nach nur wenigen Stößen. Oh, Liebling, du bist einfach wunderbar. Die Lage war gerettet. Adnan lag im Bett und starrte an die Decke. Die vergangenen Tage waren chaotisch gewesen. Sein Leben stand Kopf. Amanda war zwei Stunden zuvor zur Arbeit gefahren, aber er konnte sich nicht aufraffen, aufzustehen. Morgens war die Angst am stärksten, überfiel ihn mit voller Wucht. Hadjias bleiches Gesicht war das erste, was vor seinem inneren Auge auftauchte, sobald er aufwachte. Am Tag nach der Schießerei hatte Isabella ihn im Krankenhaus zur Schnecke gemacht. Sie hatte neben Hadji auf einem Hocker gesessen und seine Hand gehalten, als er ins Zimmer kam. Hadji lag reglos da, überall Schläuche. Isabella blickte Adnan mit vom Weinen geröteten Augen an, dann sprang sie auf, brüllte ihn an, schrie, dass es seine Schuld sei. Adnan stand wie versteinert da und bekam kein Wort heraus, was sollte er sagen? Ihm war klar, dass Isabella unter Schock stand, und er ahnte, dass sie Bescheid wusste, wusste, dass ihr irrer Ex dafür verantwortlich war. Nach einer Weile beruhigte sie sich, die Luft war raus, sie klang apathisch, als sie sagte ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist, aber solange Hadjir hier liegt, kannst nur du etwas machen, nur du kannst der Polizei sagen, wer geschossen hat. Wenn du es nicht machst, dann hat er gewonnen. Adnan begriff, von wem sie sprach. Er ist dein bester Freund, Adnan, bitte. Sie weinte, sein Magen schnürte sich zusammen. Die Angst, die ihn in diesem Augenblick überkam, fühlte er nun bei jedem Aufwachen. Scheiße. Er konnte unmöglich jemanden anschwärzen. Das gab es in seinem Weltbild einfach nicht. Ganz egal, was auch passierte. So etwas taten nur Feiglinge. Adnan würde Fatos auf seine eigene Art erledigen, wenn die Zeit reif war. Nach dem Krankenhausbesuch war der Moment gekommen, in dem Vincent eine Erklärung geben musste. Es war Nachmittag. Sie saßen im Paradies und tranken Kaffee Latte. Vincent wusste, was geschehen war. Vermutlich hatte man ihn sofort informiert. Er sah ernst aus überhaupt nicht gut gelaunt, wie sonst immer. Adnan tut mir leid, was passiert ist. Mr. Kraljewitz hat es total versaut. Adnan konzentrierte sich, um sich zu beherrschen. Du hast mir dein Wort gegeben, dass nichts passieren würde. Ich habe mich auf dich verlassen. Ich weiß. Deshalb bin ich auch so tief enttäuscht von ihm. Aber ich habe gehört, dass seine rechte Hand wegen persönlicher Interessen durchgedreht ist. Dein Kumpel hat ihm angeblich seine Kleine ausgespannt, stimmt das? Ah, ja, das ist richtig. Ich habe nicht daran gedacht, als wir dorthin gefahren sind, sonst hätte ich Hajir niemals mitgenommen. Spielt keine Rolle. Das hier ist geschäftlich, das andere privat. Mr. Kraljewicz ist für seine Männer verantwortlich, und dieses Mal ist es verdammt in die Hose gegangen. Vincent schwieg eine Weile, rührte in seinem Latte. Adnan wartete ab, hatte eigentlich vorgehabt zu attackieren, aber schnell gemerkt, dass Vincent sich nicht rausreden wollte. Er hatte etwas vor. Wie immer. Ich will Kraljewitz loswerden. Wollte Vincent ihn als Killer einsetzen? Gegen die Jugos? Mach kein so entsetztes Gesicht, so hab ich das nicht gemeint. Natürlich hätte ich nichts dagegen, aber das ist ein zu großes Risiko. Wir müssen es schlau anstellen. Meine Zusammenarbeit mit Mr. Kraljewitz muss zu einem Ende kommen. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Und da kommst du ins Bild. Du musst gegen ihn aussagen. Nicht noch einer. Warum wollten alle, dass er freiwillig Selbstmord beging? Du weißt selbst, dass das nicht geht. Glaube mir, keiner wünscht sich mehr als ich, dass er verschwindet. Aber dir ist auch klar, was passiert, wenn ich plaudere. Sein Anwalt holt ihn im Handumdrehen raus und dann bin ich Fischfutter. Er wird dich nie in Ruhe lassen, denk daran. Ja, danke, schon kapiert. Mit einer Kraftanstrengung zwang sich Adnan aus dem Bett. Er ging ins Bad und spritzte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, trocknete sich mit einem rosafarbenen Handtuch ab, hob einen von Amandas Slips auf, der auf dem Boden lag und warf ihn in den Wäschekorb. Er hatte sich für den Tag etwas vorgenommen, bei Midan vorbeischauen. Mission impossible. Mirans Wohnung war noch immer verrammelt, die Vorhänge zugezogen, Schwaden von Urin und anderen Ausscheidungen stiegen in die Nase. Und Miran sah ungefähr so aus, wie Adnan es sich vorgestellt hatte, die Hämatome waren zwar verschwunden, aber sonst war der Kerl vollkommen am Ende, mager und grau, glänzende, aufgesperrte Augen, die einen viel zu starken Drogenkonsum verrieten. Miran hatte noch mehr Schiss als zuletzt. Er hatte von der Schießerei gehört. Irgendein Junkie hatte geplaudert. Gesagt, dass Hajir tot sei. Adnan erklärte, wie es wirklich war. Miran hörte nicht auf zu wiederholen, dass er stattdessen dort hätte liegen können. Adnan hatte keinen Bock, ihm zu erklären, dass der Gorilla sich persönlich bei Hajir rächen wollte. Versuchte Miran begreiflich zu machen, dass auch er den Jugos Kohle schuldete. Genauso viel wie Adnan. Sie waren gezwungen, das beschissene Problem zusammenzulösen. Midan musste sich am Riemen reißen. Sonst würde er in dieser ekligen Wohnung verrotten. Midan kapierte das, versprach hoch und heilig zu helfen, wollte sich auch nicht mehr verstecken, sehnte sich nach den Kumpel, nach Frauen, Partys, wollte sein Leben wieder zurück, wieder Geld verdienen, eine Arbeit haben. Doch im Moment war Midan nichts wert. Adnan stand allein mit ihren Schulden da. Er war abhängiger denn je von Vincent aber der gedanke an den geldtransporter spukte weiterhin in seinem kopf herum, der gigantischste raubüberfall der stadt. die idee war verlockender als die register der polizei waren unschlagbar. nachdem amanda die nummer eingegeben hatte, dauerte es nur wenige sekunden, bis der name auftauchte: pia blomberg. es war also magnus frau, die ihr eine sms mit dem wort hure geschickt hatte. eine überraschung Amanda wäre überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen. Hatte Magnus seiner Gattin von dem Seitensprung erzählt? Wohl kaum. Oder hatte Magnus die Nachricht geschickt? Hm, noch unwahrscheinlicher. Dafür war er zu stolz. Nach ihrer Schicht fuhr sie auf dem schnellsten Weg nach Hause. Sie wollte das Protokoll nicht im Büro lesen. Seltsamerweise fühlte es sich leer an, wenn Adnan nicht da war. Sie stellte fest, dass man sich schnell an nette Gesellschaft gewöhnte. Adnan hatte seit der Schießerei jede Nacht bei ihr geschlafen. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass es so das Beste war. Der sicherste Ort für ihn, solange diese Jugoslawen hinter ihm her waren. Und auch für Amanda war's gut. Nun hatte sie die Gelegenheit, ihn näher kennenzulernen. Sie setzte sich auf das Sofa, las. Der Anzeige zufolge hatte Magnus Pia während ihrer gesamten Beziehung misshandelt. Es hatte mit dem einen oder anderen Schubser begonnen, war zu Faustschlägen eskaliert, das Problem war nur, dass nicht Pia, sondern ihre Schwester die Misshandlungen angezeigt hatte, Annelie Friberg. Annelie schilderte, wie ihre Schwester sich verändert hatte, seit sie mit Magnus Blomberg zusammen war. Aus einer fröhlichen und sozial aktiven Frau war jemand geworden, der sich zu Hause einschloss und jeglichen Kontakt verloren hatte. Pia verteidigte Magnus jedes Mal, wenn er sie geschlagen hatte, und schob stattdessen die Schuld auf sich selbst. Annelie hatte außerdem keine konkreten Beweise, nur ihre eigenen Beobachtungen. Pia hatte alles geleugnet und bei der Vernehmung ausgesagt, dass ihre Schwester die Geschichte komplett erfunden habe. Magnus hatte Glück gehabt. Und Pia hatte Amanda unbewusst neue Möglichkeiten eröffnet. Am Tag darauf stand Amanda schon um fünf Uhr auf, gab Adnan einen Kuss auf die Wange und fuhr mit dem Auto zum Büro. Das sagte sie ihm jedenfalls. Aber ihr Ziel war ekelöst. Amanda vermutete, dass Magnus Frühschicht hatte, da fuhr er gegen halb sieben von zu Hause los. Sie parkte in einer Querstraße unweit von Magnus' Villa, von dort würde sie sehen, wenn er losfuhr. Sie hoffte, dass er zuerst aufbrach und Pia allein zu Hause ließ. Amanda wartete und wartete, Beschattungsdienst war nichts für sie, sie war zu rastlos. Doch um fünf nach halb sieben zahlte sich ihre Geduld aus, Magnus fuhr vor ihr in seinem Audi vorbei blickte nicht einmal in ihre Richtung. Sie ließ den Motor an und fuhr zum Haus, ein großes, weißes Gebäude in modernem Stil. Sie parkte vor einem schwarzen Eisentor, ging geradewegs zur Haustür und klingelte. Wartete eine Minute, zwei Minuten. Die Tür ging auf, Pia wirkte verwundert, fragte sich vermutlich, wer so früh am Morgen bei ihr klingelte. Amanda kam direkt zur Sache. Hallo, ich bin Amanda. Du hast mir eine SMS geschickt, in der Hure steht. Pia sah noch erstaunter aus. Ah. Ja, es scheint vielleicht merkwürdig, dass ich hergekommen bin, aber ich wollte persönlich mit dir reden. Und ich möchte ehrlich sein. Ich hatte eine kurze Affäre mit Magnus, aber das ist inzwischen vorbei. Weil ich eingesehen habe, wie er ist. Amanda wartete auf eine Antwort. Diese blieb aus. Er hat mich nie geschlagen. Soweit ist es nicht gekommen, aber ich habe die Tendenzen bemerkt, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, verstehe ich nicht und ich verstehe auch nicht, was du hier machst. Nun, du hast ja etwas vermutet, sonst hättest du mir nicht diese Nachricht geschickt, oder? Pia sah aus, als wäre sie kurz davor, auf sie loszugehen und ihr die Augen auszukratzen. Amanda fuhr fort: "Ich weiß, dass er dich misshandelt. Deshalb bin ich hier." Was sagst du da? Du weißt gar nichts. Pia wollte die Tür schließen, Amanda stellte den Fuß dazwischen. Warte, bitte. Pia hielt inne. Ich verstehe, wenn du nichts erzählen willst, aber du sollst wissen, dass du nicht die Einzige bist, die Emmys behandelt. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, Schlimmeres zu verhindern, dann du. Auch deinetwegen solltest du ordentlich nachdenken, ob du willst, dass es dein Leben lang so weitergeht. Geh jetzt. Du weißt nichts. Pia drückte gegen die Tür und Amanda nahm den Fuß weg. Sie hatte mehr loswerden können als ursprünglich geplant, vielleicht hatte sie einen Keim in Pias Bewusstsein legen können. Amanda ging zurück zu ihrem Wagen und stieg ein. Überlegte. Pia musste sich sehr gewundert haben, dass plötzlich jemand vor der Tür stand und auf einen Punkt verwies, den Pia vermutlich in ihrer gesamten Ehe zu verdrängen versucht hatte. Amanda holte ihr Handy hervor und schrieb eine Nachricht. Verstehe, wenn dich mein Besuch verwirrt hat, weiß aber etwas, das ich noch nicht erzählen kann. Tipp, schreib alles auf, was er dir antut, wie ein Tagebuch. A. Ah. Sie suchte Pias Nummer hervor, schickte die Nachricht ab. Ihr war klar, dass auch diese SMS verwirrend sein würde. Sie war in großes Risiko eingegangen. Jetzt konnte sie nur hoffen, dass es funktionierte. Magnus' Verdacht hatte sich bestätigt. Es waren Chlamydien. Das kleine Luder hatte seinen Schwanz vergiftet, dafür gesorgt, dass er seine Frau verlieren konnte. Aber das würde er niemals zulassen, niemals. Nach langem Grübeln war er zu einer Lösung gelangt und befand sich jetzt mit einer Extraportion Antibiotika auf dem Nachhauseweg. Er hatte ganz einfach die Ärztin wenige Stunden später noch einmal angerufen und gesagt, dass er das Medikament verloren habe und ein neues Rezept brauche. Es war nicht schwer gewesen, sie zu täuschen, sie hatte kaum eine Gegenfrage gestellt. Als Magnus zu Hause die Tür öffnete, kam ihm ein Duft entgegen. Was roch da so gut? Pia war dabei, das Geschirr abzuwaschen. Hallo Liebling. Er küsste sie auf den Mund. Was machst du da, Leckeres? Ich habe ein Hühnchen im Ofen mit einer tollen Soße. Nicht gerade kalorienarm, aber es wird richtig gut. Ich habe das Rezept von Nina, meiner Kollegin. Das klingt toll. Wann ist es fertig? In zehn Minuten ungefähr. Schön, dann decke ich den Tisch und mach uns was zu trinken auf. Pia blickte ihn erstaunt an. Magnus deckte den Tisch, füllte eine Kanne mit Wasser, holte eine Flasche Rotwein, Amarone, goss Pias Lieblingsglas voll. Ein handgefertigtes Weinglas mit Blumenmuster, das sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Er schielte zu ihr hinüber. Sie spülte noch immer ab. Er kramte in seiner Hose, knipste eine Antibiotikatablette aus ihrer Hülle und versuchte sie zwischen den Fingern zu zermahlen. Steinhart. Unmöglich. Stattdessen legte er die Tablette in das Weinglas. Hoffte, dass sie sich auflösen würde. Er holte einen Teelöffel, rührte um und stellte das Weinglas auf den Tisch. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Aber was sollte er tun? Oh, trinken wir Wein dazu? Ja, dachte ich mir, wenn du so lecker gekocht hast. Pia blickte ihn an, sagte aber nichts. Er wusste, dass er sich ungewöhnlich nett und hilfsbereit benahm, aber das war es wert. Er hatte in den vergangenen Tagen richtig Angst gehabt. Es hätte alles zum Teufel gehen können. Sie trug noch immer einen Schal um den Hals und er bekam jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn er ihn sah. Konnten diese verfluchten Hämatome nicht bald mal verschwinden? Das Essen dampfte, als es aus dem Ofen kam, und er nahm sich von dem Hühnchen, das in einer rotbraunen Soße badete. Schaufelte sich auch Reis und Salat aus einer großen Schale auf den Teller, kostete, kaute. Nina hatte recht, das ist richtig lecker. Pia lächelte. Dann mal Prost! Magnus hob sein Glas, beobachtete Pia genau, als sie den Wein probierte, wie sie ihn durch die Zähne saugte, schluckte. Mmh, der ist gut. Was ist das für einer? Amadone. Es hatte geklappt. Trotzdem würde es problematisch werden, Pia neun Tage lang die Antibiotika unterzujubeln. Neun verdammte Tage. Eines war auf jeden Fall sicher: Er würde ein Experte in der Küche werden. Pia würde sich freuen, dass er sich mehr im Haushalt engagierte. Pluspunkte. Am nächsten Morgen stand Magnus besonders früh auf und bereitete das Frühstück zu, verrührte eine Antibiotikatablette in Pias Tee, stellte alles auf ein Tablett und ging ins Schlafzimmer hoch. Er war zufrieden wie schon lange nicht mehr, als er in den Wagen stieg und zum Revier fuhr. Seine Schicht begann mit einer Chefbesprechung. Unter den Vorgesetzten wurden verschiedene Themen diskutiert. Die Schießerei in Hüsbü war im Augenblick das heißeste Thema. Vermutlich hatte der Zeuge Adnan Nasimi für diese Jugoslawen Drogen verkauft, als er zwei Jahre zuvor gefasst wurde. Die Verwicklung der Jugoslawen konnte nie bewiesen werden, aber mehrere Tipps deuteten darauf hin. Bei solchen Vergeltungsakten war es eher die Regel als die Ausnahme, dass ein Tipp hereinkam. Das Schwierige war allerdings, ein Urteil herbeizuführen, wenn die Zeugen durch Drohungen zum Schweigen gebracht wurden oder schlicht spurlos verschwanden. Natürlich wollte auch Magnus, dass das Verbrechen aufgeklärt wurde, aber es war noch zu früh dafür. Kraljewitz und seine Killer sollten sich ruhig noch eine Weile in Freiheit tummeln und von Adnan Nasimi Geld erpressen. Geld, das Adnan Nasimi nicht hatte und sich beschaffen musste, irgendwie. Und an diesem Tag würde Magnus bereit sein. Die Krux war nur der kleine Bruder, Samir hatte offenbar Besuch von ein paar Schlägern gehabt, die seine Eltern bedrohten, Wollten Adnan offensichtlich zum Schweigen bringen. Total übertrieben, fand Magnus. Der Araber hatte schon so genügend Schiss, würde niemals etwas ausplaudern. Das Risiko mit dem kleinen Bruder war da deutlich größer. Samir sah völlig fertig aus, bleich, dunkle Ringe unter den Augen. Grüß dich, wie geht's dir? Du siehst aus, als hättest du ein Jahr nicht gepennt, Junge. Scheiße, ja. Es geht gar nicht gut, Mann. Sie saßen in Magnus Wagen, einem Überwachungsfahrzeug des Überfalldezernats. Erzähl, Samir, was ist passiert? Samirs Stimme zitterte. Das ist total krank, Mann. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es hat an der Tür geklingelt, ich hab aufgemacht. Sie stürmten einfach rein, Riesentypen. Einer davon ist auf mich los, sie hatten Messer. Drückten sie mir und meinem Vater an den Hals. Meine Mutter hat geschrien, da haben sie sie geschlagen. Dann fing einer von ihnen an, von Adnan zu reden, dass das Beste für ihn sei, wenn er die Klappe hält, sonst würden sie zurückkommen und uns umbringen und so. Sami war noch bleicher geworden, die Augen so groß wie fünf Kronenmünzen. Hast du jemandem davon erzählt? Nein, verdammt, sonst bringen die uns um. Mein Vater ist total am Ende und meine Mutter stirbt vielleicht. Es war verdammt nochmal besser, als Adnan im Gefängnis saß, da wussten sie wenigstens, wo er war. Du weißt also nicht, wo er ist? Nein, er ist direkt danach ins Krankenhaus gekommen, war stocksauer, sagte, dass er diese Irren umbringen würde, dann ist er wieder verschwunden. Hat er gesagt, wie sie heißen? Nein, aber es müssen wohl dieselben gewesen sein, die auch auf ihn und Hajir geschossen haben. Warum sollten sie uns sonst bedrohen? Samir, ich habe so meine Vermutungen. Es ist nur so, dass wir genügend Beweise sammeln müssen, bevor wir sie fassen. Hast du gesehen, wie sie aussahen? Oder waren sie maskiert? Nein, die hatten keine Masken. Ich werde niemals vergessen, wie sie aussahen, vor allem nicht der eine. Er war übel, grob und sah widerlich aus. Das ist auch ein Zeichen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Wenn sie sich nicht einmal maskiert haben, sie meinen es ernst. Sie werden nicht eine Sekunde zögern, bevor sie euch den Kopf abschneiden, wenn ihr etwas sagen solltet. Magnus machte eine kurze Pause, wollte, dass Samir ihm folgte. Ist dir das klar? Du und deine Familie, ihr dürft auf keinen Fall mit jemandem über die Sache sprechen, bis ich es dir sage. Wir brauchen mehr Beweise, bevor wir zuschlagen. Denn wenn wir das tun, sollen sie für sehr lange Zeit in den Knast wandern. Kapiert? Ja, Mann, ich werde keinen Ton sagen. Gut, Samir, du bist ein kluger Kerl. Wir werden das schon hinkriegen. Halte mich auf dem Laufenden. Ja, Mann. Gut. Magnus sah, dass Samir sich ein wenig beruhigt hatte. Der Kleine war leicht zu händeln, schluckte alles mit Haut und Haaren. Was hast du da am Hals? Magnus schaute auf einen Fleck, der auf Höhe von Samirs Adamsapfel rot leuchtete. Samir errötete. Ach, nichts. Hast du ein Mädchen kennengelernt, oder was? Vielleicht. Was heißt da vielleicht? Ein bisschen Spaß scheinst du ja gehabt zu haben, oder? Ja, aber das ist noch ganz frisch. Wir werden sehen. Erzähl schon, wie heißt sie? Sarah. Sarah. Und wie noch? Warum wollen Sie das wissen? Sie kennen sie doch gar nicht. Das kann man nie wissen. Ich bin ein neugieriges Aas, weißt du? Als Bulle muss man das sein. Nylander. Eine liebe Sarah Nylander hinterlässt also Knutschflecken bei dem kleinen Samir. Magnus lachte laut. Hast du sie in der Schule kennengelernt? Nein, sie ist jünger als ich. Geht in Olwig zur Schule. Sie plauderten noch ein wenig über Samirs neue Freundin, bis es Zeit für ihn war, auszusteigen und zum Unterricht zu gehen. Magnus sah, wie Samir die Kapuze hochschlug, um nicht nass zu werden, er schlenderte in Richtung U Bahn davon. Die Gestalt wurde kleiner und kleiner, wurde von dem Regen auf der Scheibe verwischt. Magnus blieb noch eine Weile sitzen, er dachte nach. Hatte er alles unter Kontrolle? Ja, das hatte er. Samir würde nichts verraten. Was Amanda betraf, so grub sie ihr eigenes Grab. Es würde nicht sonderlich lange dauern, bis der Fick Araber einen Fehler beging und sie in die Scheiße hineinzog. Es würde eine Freude sein, das mit anzusehen. Niemand servierte Magnus Blomberg ungestraft ab. Magnus drehte den Schlüssel um und ließ den Motor an schaltete den Scheibenwischer ein und sah zu, wie das Regenwasser zu den Seiten geschoben wurde. Als er sich der U-Bahn Station näherte, sah er Samir, der von rechts aus einer Seitenstraße kam, er musste eine Abkürzung gegangen sein, die Kapuze noch immer hochgeschlagen. Magnus bremste ab und hob die Hand zu einem Gruß, da sah er einen schwarzen Jeep, der langsam hinter Samir herfuhr, seltsam langsam. Getönte Scheiben. Magnus brüllte, fuchtelte mit den Armen, aber es war zu spät, der Jeep hatte bereits auf Samirs Höhe gehalten. Die Beifahrertür ging auf, ein dunkel gekleideter Mann stieg aus, eine Figur wie Hulk. Packte Samir, Schwergewicht gegen Fliegengewicht, der kleine Samir trat um sich, wurde auf den Rücksitz geworfen, alles innerhalb weniger Sekunden, der Jeep brauste davon, ein Jeep Grand Cherokee. Magnus drückte das Gaspedal durch und jagte hinterher, sah den Wagen hinter einer Biegung verschwinden, er schnitt die Kurve und musste einem entgegenkommenden Saab ausweichen. Kam wieder auf die richtige Spur und fuhr bis zur nächsten Kreuzung. Wählte auf gut Glück rechts, fluchte laut, als ihm klar wurde, dass er sich falsch entschieden hatte. Der Wagen war weg. Verdammt. Amanda befand sich in der zweiten Runde von dreien ihres Trainingsprogramms. Sie trainierten in Kronoberge, im Kraftraum der Polizei. Aus den Lautsprechern donnerte Rammstein. Perfekte Trainingsmusik. Amanda und Vicky folgten dem amerikanischen Trend Crossfit. Intensives Training in kurzer Zeit. Es war Mittagszeit und wimmelte von Kollegen, die ihre Muskeln aufpumpten. Vicky tippte Amanda auf die Schulter. Die hat wirklich nicht auf der faulen Haut gelegen. Amanda folgte Vickys Blick. Eine etwa 40-jährige Frau machte Bankdrücken und hatte 60 Kilo auf der Handelstange. Die Frau stemmte das Gewicht mühelos zehnmal. Und sieh dir den da an. Sie deutete auf einen Typen mit einem weißen T-Shirt, der gerade eine Serie Bizeps Curls beendete. Amanda sah ihn an. Irgendwie kam er ihr bekannt vor. Er sieht nett aus. Gut trainiert. Aber das sind ja die meisten hier. Er sieht nett aus. Vicky äffte Amanda nach. Er ist mega heiß. Wir sind zusammen auf die Polizeischule gegangen. Er arbeitet jetzt bei Nova. Amanda zuckte zusammen. Nova? kam er ihr deswegen bekannt vor? Irgendetwas sagte ihr, dass sie ihn vor kurzem gesehen hatte, in Zollna, in der Nähe ihrer Wohnung. War er nicht zeitgleich mit ihr in den Supermarkt gegangen? Sie blickte erneut in seine Richtung. Er hatte die Hantel beiseite gelegt und sah zu ihnen herüber. War es möglich, dass Nova Adnan überwachen ließ? Wenn dem so war, wussten sie, in welche Wohnung er ging, mit wem er sich traf? Schild, wie er dich anstarrt. Der wär doch was, oder? Mach mal halblang. Wir sind zum Trainieren hier, nicht zum Anmachen. Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Vicky grinste. Amanda legte sich auf eine Matte und machte ein paar Bauchübungen. Klappmesser, Sit-Ups, Sit-Ups mit Medizinball. Zwischendurch linste sie zu dem Nova-Typen. Sie war nicht sicher. Sie versuchte sich einzureden, dass sie sich das Ganze nur einbildete. Plötzlich kam er auf sie zu. Amanda konzentrierte sich auf ihre Übungen. Lange nicht gesehen. Er blieb bei ihnen stehen und grüßte Vicky. Stimmt, ist eine Weile her. Der Nova-Typ blickte zu Amanda, streckte die Hand aus. Hi, Peter. Amanda legte den Medizinball zur Seite, gab ihm die Hand. »Amanda!« »Diese Übung sah interessant aus. Muss ich mal probieren.« »Ja, mach das.« Amanda rutschte beiseite, sodass er auf der Matte Platz hatte. Peter setzte sich und versuchte, den Ball auf den Schienenbeinen zu balancieren. Er rollte ihm davon, sobald er sich nach hinten lehnte. »Oje, oh das ist schwieriger, als ich dachte.« »Ja, es dauert eine Weile, bis man den Dreh raus hat.« er unternahm einen neuen Versuch und schaffte es zweimal, bevor ihm der Ball wieder wegrollte. Verdammt, das muss ich üben. Du hast ja gerade mindestens zwanzig Stück davon gemacht. Vicky spottete, schön blöd von einem Mädchen geschlagen zu werden, was? Ja, das kann ich nicht so stehen lassen. Petter lächelte. Vicky hatte recht, er sah sehr gut aus. Aschblondes Haar, hellblaue Augen, nettes Lächeln. Er blickte Amanda an. Wo arbeitest du? In Westerloot, Einsatztruppe. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Trainierst du oft hier? Ab und zu. Vielleicht hast du also schon ein paar Mal meine Übungen beobachtet. Amanda blinzelte ihm zu, hoffte, dass sie sich deshalb kannten. Als Kollegen. Sie stand auf und blickte zu Vicky. Bist du fertig? Ich könnte jetzt eine Runde Sauna brauchen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kriege ich mindestens 20 Stück hin, sagte Petter auf der Matte liegend. Das glaube ich dir gern. Amanda hob ihren schwarzen Rucksack auf und ging in Richtung Umkleide. Hörte Vicky hinter sich. Das lief doch wie am Schnürchen, und dann haust du einfach ab. Manchmal bist du echt komisch. Als Magnus gesehen hatte, wie der schwarze Jeep mit dem um sich tretenden Samir davongefahren war, hatte ihn die Panik gepackt. Es war nicht schwer, zwei und zwei zusammenzuzählen. Samir war von Milodat Kraljewicz entführt worden. Das hier konnte das Ende für den kleinen Samir bedeuten. Aber auch das Ende für Magnus. Wenn Samir verstümmelt auf einer Mülldeponie gefunden wurde, würde man als erstes die Handygespräche kontrollieren, und da würde Magnus Nummer beim letzten Gespräch auftauchen. Man würde ihm die Hölle heiß machen. Deshalb hatte er sich sofort entschieden. Diese Sache würde er auf eigene Faust erledigen ohne die Kollegen einzuschalten. Er war ja verflucht nochmal selbst die Polizei, und ihm war klar, welchen Kanal er benutzen musste. Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Vincent stand in einem blau karierten Morgenmantel in der Tür, seine Haare standen seltsam in alle Richtungen ab. Ungewöhnlich für jemanden wie Vincent, war offenbar aus seinem Schönheitsschlaf gerissen worden, obwohl es schon fast Mittag war, Magnus hatte ihm erklärt, was passiert war und ihm im Prinzip befohlen, Milorad Karjewicz zu kontaktieren. Er hoffte, dass Vincent es nicht wagte, sich zu widersetzen. Sein Schicksal hing an einem seidenen Faden. Was hast du für eine Wahl? Du weißt, was ich tun müsste. Vincent sah fuchsteufelswild aus. Pass auf, Magnus Blomberg. Du hast keine Ahnung, was ich mit Leuten wie dir anstellen kann. Die ungeladen bei mir aufkreuzen und versuchen mir zu drohen. Magnus wurde plötzlich unsicher. Wenn Vincent nicht auf den Plan einging, war er geliefert. Wie gesagt, ich will das doch auch nicht. Mir ist klar, was du riskierst, aber du hast zwei Alternativen. Entweder hilfst du mir und lässt Kraljewitz für immer von der Bildfläche verschwinden, oder du weigerst dich, dann wirst du behandelt wie alle anderen perversen Typen. Und das wollen weder du noch ich. Oder? Du hast keine Ahnung, in was du dich da einmischt, Blomberg. Du hast nicht die blasseste Ahnung! Vincent schlug Magnus die Tür vor der Nase zu. Einfach so. Alles war verflucht unklar. Hatte Vincent zugestimmt? Magnus wusste es nicht. Gegen 17 Uhr verließ Magnus das Polizeirevier. Vincent war nicht rangegangen, als Magnus ihn gegen 2 Uhr angerufen hatte. Auch danach nicht, um 3 Uhr, 4 Uhr. Magnus war außer sich. Der König der Nachtklubs hatte offenbar vergessen, warum er sein flottes Hugh Hefner leben noch leben konnte. Magnus näherte sich seinem Juwel, dem Audi. Er stieg ein und schlug die Tür zu, bemerkte aus den Augenwinkeln eine rasche Bewegung, bevor die Tür wieder aufgerissen wurde. Eine Hand packte ihn am Hals, presste ihn in den Sitz. Er saß fest wie in einem Schraubstock. Fatos Bilerbegowitz starrte Magnus geradewegs in die Augen. Magnus schnappte nach Luft, hörte sich selbst röcheln. Er würde sterben. Ermordet in seinem eigenen Wagen vor dem Polizeirevier. Plötzlich lockerte sich der Griff ein wenig. Steig aus und setz dich in den Wagen dahinter. Denk gar nicht erst an was anderes, kapiert? Magnus nickte, bekam keinen Laut hervor. Fatos ließ los und machte Platz, damit Magnus aussteigen konnte. Er machte ein paar wacklige Schritte auf den schwarzen Jeep zu. Die hintere Beifahrertür ging auf. Fatos schubste ihn nach vorn. Eine bullige Gestalt war auf dem Rücksitz zu erkennen. Magnus landete neben ihr. Etwas wurde ihm über den Kopf gestülpt, ein Stoffbeutel wurde festgezogen, alles schwarz. Der Jeep fuhr los. Noch nie in seinem Leben hatte Magnus solche Angst gehabt. Ein Polizeikommissar in den Händen der jugoslawischen Mafia. Er versuchte tief ein- und auszuatmen, wollte seinen Puls beruhigen. Der Beutel über seinem Kopf war ein Hinweis, dass er leben sollte. Sonst würden sie sich nicht darum kümmern, dass er die Fahrtroute kannte. Dieser Gedanke beruhigte ihn ein wenig. Sie bogen nach links. Magnus hatte die Orientierung verloren, hatte keine Ahnung mehr, wo sie waren. Nach etwa einer Stunde blieben sie stehen. Magnus lief der Schweiß den Hals hinab. Ihm war kochend heiß. Niemand hatte während der Fahrt einen Ton gesagt. Die Wagentür wurde geöffnet. Mit einem festen Griff wurde er nach draußen gezerrt. Sie gingen in irgendein Gebäude. Weiter. Fathos. Magnus hing an seinem Arm. Er wurde auf einen Stuhl gesetzt. Jemand fummelte an dem Beutel herum, riss ihn herab. Das Licht blendete ihn. Er kniff die Augen zusammen. Guten Tag. Magnus blickte in Richtung der Stimme. Noch ein Hühne. Keine Überraschung. Milorad Kraljewicz saß auf einem Sofa, die Arme über die Lehne ausgebreitet. Trotz der lockeren Haltung, der Mann beherrschte den Raum. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, falls die Fahrt nicht sehr behaglich war. Aber ich muss an die Sicherheit denken, weißt du?« Milorad klang freundlich, unangenehm freundlich. Magnus schwieg. Milorad veränderte seine Haltung, beugte sich vor und starrte Magnus in die Augen. Wir beide haben gemeinsame Freunde. Ja, das. Seine Stimme brach ab. Er räusperte sich. Ja, das stimmt. Vincent hatte scheinbar doch nicht den Schwanz eingezogen. Nun, ich wusste schon, dass unser lieber Vincent viele verschiedene Kontakte hat. Aber dass er der Kumpel von einem Bullen ist, war eine Überraschung, das muss ich zugeben. Sollte er reden oder die Klappe halten? Milorad fuhr fort. Und er wirkte sehr darauf bedacht, dass du nicht zu Schaden kommst. Wobei ich gar nicht begreife, wie er so etwas von mir denken kann. Kannst du das? Magnus schüttelte den Kopf, nicht sehr überzeugt zugleich aber zufrieden, dass Vincent seine Drohungen ernst genommen hatte, das stärkte. Magnus war jemand. Aber eines verstehe ich nicht. Wieso dieses Interesse für den kleinen Rotzlöffel? Magnus lief ein Schauer über den Leib. Samir ist mein Informant. Ich habe eine Verantwortung für ihn. Ach, der Rotzlöffel heißt also Samir. Interessant. Informant, sagst du. Eine Ratte also. Nicht sehr beliebt. Du weißt doch, was mit Ratten passiert? Magnus schüttelte den Kopf. Immerhin schien der kleine Samir noch am Leben zu sein, wenn Milodat nicht in der Vergangenheit von ihm sprach. Nein. Dann denk mal ein bisschen nach. Wenn ich mich nicht irre, wurde vor einiger Zeit ein Junge im Belstauern angeschwemmt. Man hatte ihm die Augen ausgestochen. Der Arme war erst sechzehn, glaube ich. Traurige Geschichte. Milorat schwieg. Magnus erinnerte sich an den Vorfall. Es passierte in seinem Bezirk nicht jeden Tag, dass eine Leiche mit Folterspuren an Land geschwemmt wurde. Das war im vergangenen Frühjahr gewesen. Noch war kein Verdächtiger gefunden worden. Bis jetzt. Als hätte Milorad seine Gedanken gelesen, sagte er: "Es ist bestimmt nicht einfach an einer Leiche, die einige Zeit im Wasser gelegen hat, noch Spuren zu finden, oder?" "Nein, es gibt leichtere Fälle." Milorad grinste zufrieden. "Nun, Magnus Blomberg, wie sollen wir die Angelegenheit lösen? Was denkst du? Ich meine, hier hockst du nun und du bist ein Bulle." außerdem nutzt du unseren gemeinsamen freund aus und verlangst dass wir uns treffen wegen einer ratte magnus schluckte sah aus den augenwinkeln wie fatos einen schritt näher trat magnus denkt nach denkt nach denkt nach finde eine lösung verflixt noch mal ich frage mich eins fuhr milorad fort kann man eigentlich noch polizist sein wenn man blind ist Plötzlich packte Fatos Magnus von hinten, bog seine Arme in einem unmöglichen Winkel um die Lehne. Milorad stellte sich vor ihn hin, hielt einen Teelöffel in der Hand, zeigte ihn von allen Seiten, näherte sich dem rechten Auge. so nein, nein, tu das nicht? japste Magnus. Panik überfiel ihn, er sah den Teelöffel näher kommen. Ich weiß, wo Adnan Nassimi ist. Milorad nickte Fatos zu, der seinen Griff lockerte. Magnus keuchte. »Ich habe ihn überwacht. Ich weiß, wo er ist.« Neues Interesse bei Milorad. Er ließ die Hand mit dem Löffel sinken. Spuck es aus. »Er wohnt bei einer Frau, in der Föhrersgatan, in Rossinder, Nummer 9. »Und wer ist die Frau?« »Sie heißt Amanda. Amanda Paller.« Adnan war mehr und mehr auf der Hut, je näher er seiner Wohnung kam, oder besser gesagt, die Wohnung. Er hatte seine ganzen Sachen dort, deshalb musste er auch noch einmal hin, sonst hatte er nichts Ordentliches zum Anziehen. Und an diesem Abend würde er ins Bonobo gehen, Vincents neu eröffneter Club. Beim Betreten des Treppenhauses schlug ihm der wohlbekannte Geruch entgegen, er lief die Stufen hoch, nahm manchmal zwei auf einmal. Er stieg über einen Haufen Post, als er die Wohnung betrat, nahm eine Tasche im Flur und stopfte mehrere Klamotten hinein. Sah sich um. Hier musste mal aufgeräumt werden. Aber im Moment zu riskant, sich hier länger aufzuhalten. Dabei dachte er an Dia. Der saß schon eine verdammt lange Zeit in Urhaft. Bei einer Verurteilung käme er frühestens in ein paar Jahren wieder raus. Adnan könnte dann in der Wohnung bleiben. Er nahm die Tasche mit den Klamotten und ging hinaus. Verließ Tainster nahm die U-Bahn bis zu Amanda. Er hatte sie gefragt, ob sie mit zur Einweihung kommen wollte, Vincens neuer Club, das Bonobo. Sie hatte gezögert und sich um dieselbe Frage Sorgen gemacht wie er. Vielleicht waren die Jugos dort. Aber mit ein wenig Überzeugungsarbeit hatte es geklappt, Adnan hatte sich gefreut. Es war immer von Vorteil, eine hübsche Lady dabei zu haben. Aber wenn er ehrlich mit sich selbst war, dann war es nicht nur das. Er wollte, dass sie ihn begleitete. Wäre enttäuscht gewesen, wenn sie Nein gesagt hätte. Dieses neue Gefühl war seltsam. Sie nahmen ein Taxi zu dem Club, der ein paar hundert Meter vom Stüdeplan entfernt lag, in einer Seitenstraße. War das nicht ein bisschen zu verborgen? Aber die Leute würden hinfinden. Das taten sie immer, wenn es um Vincents Lokale ging. Die Leute stellten sich eine Ewigkeit an und taten alles, um hineinzukommen. Sie gingen an allen vorbei, im Eingangsbereich wartete Vincent, er lächelte. Adnan bemerkte die Männer hinter ihm, zwei Typen in Anzügen, verbissene Mienen. Wer war das? Willkommen. Vincent begrüßte Adnan und schaute dann zu Amanda, sein Blick wanderte von oben nach unten, dann wieder bis ganz nach oben, langsam. Er streckte ihr die Hand hin. Vincent. Amanda. Vincent war nicht schüchtern. Er starrte sie weiterhin mit halboffenem Mund an. Adnan spürte Zorn in sich aufsteigen. Aber dieser Schleimbatzen hatte bei dieser Frau nicht die geringste Chance. Ihr könnt eure Jacken dort drüben aufhängen. Vincent war plötzlich aus seinem Koma erwacht. Später unterhalten wir uns dann weiter, Adnan. Alles klar. Adnan nahm Amandas Jacke und gab sie mit der seinen an der Garderobe ab. Wer war denn das? Der Eigentümer oder was? Ja, kümmer dich nicht um ihn. Er denkt, er kriegt alles, was er will. Komm. Sie gingen hinein. Wie Vincent gesagt hatte, war der Club nicht so groß wie seine anderen. Die Tanzfläche war klein und der übrige Raum von verschiedenen Sofagruppen eingenommen, wo sich schon ein paar Leute niedergelassen hatten. Der Champagner strömte, eine Frau stand auf einem Tisch und schüttelte eine Flasche, spritzte sich die weiße Bluse voll, Adnan führte Amanda weiter hinein und ging zur Bar, bekam zwei Glas Champagner auf Kosten des Hauses. Prost. Adnan hob das Glas. Prost. Sie tranken je einen Schluck. Kennst du viele hier? Adnan sah sich um. Hm, ein paar. Aber in erster Linie von damals, als ich selber vorn gearbeitet hab. Privat würde ich mit den meisten nichts zu tun haben wollen. Gegen Mitternacht war der Laden gestopft voll, und Adnan und Amanda hatten es sich auf zwei Barhockern gemütlich gemacht. Alle Sofas waren besetzt, manche Leute saßen einander sogar auf den Knien, um Platz zu bekommen. Adnan war angespannt, er war angetrunken, aber etwas fehlte. Das, was er normalerweise um diese Uhrzeit reinzog, um richtig in die Gänge zu kommen. Ihm hatte das lange nicht gefehlt, er hatte kaum daran gedacht, aber jetzt, wo er wieder in einem Club war, wurde ihm die Abstinenz bewusst. Aber er würde der Sucht widerstehen, das hatte er schon vor einiger Zeit beschlossen. Außerdem war Amanda dabei, und sie würde niemals akzeptieren, wenn er ein paar Lines schnupfte. Das hatte sie ihn klar und deutlich wissen lassen. Sie war wirklich seltsam. Adnan blickte auf das Meer von Leuten, keine Jugos, keine Bullen. Stattdessen kam Vincent auf sie zu, dicht dahinter die finster dreinblickenden Typen in Anzügen. Es war auch Zeit, er war schließlich hier, um übers Geschäft zu reden. Vincent säuselte, Hello, mein hübsches Pärchen, wie findet ihr's? Wunderbar, sagte Amanda. Adnan deutete mit einem Kopfnicken auf die Typen im Anzug und warf Vincent einen fragenden Blick zu. Hast du dir jetzt Leibwächter angeschafft? Vincent nickte. In letzter Zeit ist zu viel Mist passiert, das Ganze ist recht verzwickt. Adnan hatte die Frage eigentlich ironisch gemeint, gedacht, dass die Typen irgendwelche Türsteher in Ausbildung waren, Vincent schien der Arsch ganz schön auf Grundeis zu gehen. Komm mal mit, ich möchte, dass du ein paar Leute kennenlernst, sagte Vincent und machte auf dem Absatz kehrt, schaute nicht einmal, ob er nachkam, nahm es als gegeben an. Adnan schob Amanda vor sich her und ging ihm nach, Vincent schlängelte sich durch das Gedränge zur Bar am anderen Ende des Raumes, klopfte einem Mann auf die Schulter. Der Mann drehte sich um. Über einem Auge hatte er eine gewaltige Narbe, die bis zur Wange reichte. Er sah lebensgefährlich aus. Hallo, mein lieber Freund! Vincent alberte wieder herum. Hier ist Adnan, der in Zukunft mit ins Geschäft einsteigen wird, und das hier sind meine russischen Partner. Adnan überlegte, was er tun sollte. Grüßen? Er streckte die Hand aus. Adnan. Der Russe starrte ihn an, nickte kurz und wandte sich dann wieder in Richtung Tresen, leerte sein Glas in einem Schluck. Hi, Putin! Ein anderer Mann neben dem vernarbten Russen streckte die Hand aus, offenbar redefreudiger. Vincent strahlte. »Also nein, Amanda, jetzt lass dich auf ein Gläschen Champagner einladen, damit diese Herren ein bisschen plaudern können.« Adnan sah, wie Vincent mit Amanda davon schwänzelte und ihr den Arm um die Hüfte legte. Die Tunte sollte es ruhig versuchen. Würde eine Freude sein, zu sehen, wie er sich einer Abfuhr einhandelte. »Hab gehört, du wirst nach Sri Lanka fahren. Nice.« Adnan hob die Augenbrauen. Hatte er das von Vincent? Ah ja? ja, kann sein. Es gibt dort viele hübsche Mädchen, habe ich gehört. Adnan wechselte das Thema. Ihr arbeitet also für Vincent? Wir arbeiten zusammen, könnte man wohl sagen. Putin grinste. Adnan begriff, weitere Fragen waren sinnlos. Jeder kümmerte sich um sein Zeug. Adnan blickte auf Putins Arm, der von schlimmen Narben übersät war. Wo kommen die denn her? Bullenschweine. Putin nahm einen großen Schluck von seinem Drink und schnalzte zufrieden mit der Zunge. Aber ich hab die Drecksäure reingelegt und bin über den Balkon abgehauen. Typisch. Ein von den Bullen gesuchter Kerl. Genau das fehlte Adnan noch. Putin fuhr fort. Aber die haben nicht kapiert, mit wem sie es zu tun haben. Ich hab den einen niedergeschlagen, bin in den Wald gerannt und dann haben sie mir den Hund hinterher geschickt. Adnan wurde auf einmal neugierig. Bist du ihm entwischt? Ja, verdammt, für wen hältst du mich? Putin blickte Adnan finster an. Ich bin ein Spesnas. Adnan horchte auf. Spesnas. Russische Elitesoldaten. Darauf trainiert, sich allein in feindlichem Gebiet zu bewegen. Konnten einen mit bloßen Händen erledigen, wenn es nötig war. Weißt du, was man machen muss, um so einem Köter zu entkommen? Adnan schüttelte den Kopf und beugte sich vor, um den anderen besser hören zu können. Man rennt so schnell wie der Teufel. Putin lachte, dass ihm die Spucke aus dem Mund spritzte. Adnan wich ein wenig zurück. Putin verstummte abrupt und fixierte Adnan. Dann drehst du um und läufst ein Stück zurück, genau auf derselben Strecke. Dann testest du, in welche Richtung der Wind weht und springst so weit du kannst dorthin wenn der hund nachkommt hört für ihn die witterung dort auf wo du umgedreht bist in der zwischenzeit hast du einen halbkreis zurückgelegt und kannst von hinten den hundeführer angreifen adnan beugte sich wieder vor hast du das gemacht von hinten angegriffen nein dieses mal nicht ich habe sie am leben gelassen wen die hundeführerin ich bringe frauen nur um wenn es unbedingt nötig ist Adnan war sich nicht sicher, ob Putin nur so daherredete, aber etwas sagte ihm, dass es stimmte. Beide wirkten durchtrainiert bis in die letzte Faser, keine aufgepumpten Muskeln wie Bodybuilder, eher wie Kampfsportler, sehnig, kein Gramm Fett am Körper, explosiv, ausdauernd. Adnan bekam Komplexe, wenn er sie ansah. Selbst hatte er in letzter Zeit gerade mal Liegestütze und ein paar einfache Übungen in Amandas Wohnung gemacht. Das Fitnessstudio war für ihn kein sicherer Ort mehr. Putin besorgte sich einen neuen Drink, er nippte daran, der andere Russe wandte ihm noch immer den Rücken zu. Adnan ließ den Blick über die Menschenmenge schweifen und versuchte Amanda auszumachen. Du, wir sehen uns. Das werden wir. Merkwürdiger Typ. Adnan drehte eine Runde und suchte nach Amanda und Vincent, fand sie aber nicht, Machte er sich Sorgen? Nein. Er drehte noch eine Runde, musste sich durch die Menge schaufeln. Es war gerammelt voll. Wo zum Henker waren sie? Da erblickte er die breiten Rücken der Anzugsfritzen, ging dorthin. Er sah Amanda und Vincent. Sie saßen mit ein paar anderen auf einer Sofagruppe. Vincent war gerade dabei, seinen Gästen Champagner einzuschenken. »Da seid ihr ja. Ich habe euch gesucht.« Adnan hörte, dass er mürrischer klang, als er wollte. Amanda sah zu ihm hoch. Echt? Wir haben fast die ganze Zeit über hier gesessen. Setz dich, Adnan. Vincent reichte ihm ein Glas Champagner. Deine Freundin ist absolut bezaubernd. Auf Amanda. Prost. Welchen Eindruck hattest du von meinen russischen Männern? Hm, nette Typen. Vor allem der mit der Narbe über dem Auge. Fjodor. Kann sein, dass er so heißt. Wir haben uns nicht sehr intensiv unterhalten. Nein, er kann manchmal ein bisschen introvertiert sein, aber er liefert, was er verspricht. Darüber wollte ich mit dir reden. Soll ich mit denen zusammenarbeiten, oder was? Ups, schau mal. Vincent deutete mit einem Kopfnicken auf zwei Männer in dicken Jacken, die gerade den Raum betreten hatten. Das Auge des Gesetzes ist neugierig. Adnan musterte die beiden, war immer gut, sich die Gesichter von Bullen einzuprägen. Man sah von weitem, wer sie waren, kurz geschorenes Haar, dicht nebeneinander stehend, Beine breit auseinander, verschränkte Arme. Sie versuchten unauffällig zu sein. Total daneben. Amanda beugte sich zu Adnan vor, flüsterte ihm ins Ohr. Ich geh mich kurz mal frisch machen. Adnan sah, wie Vincent ihr auf den Hintern glotzte, während sie davonging. Was soll ich in Sri Lanka? Vincent schaute Amanda weiter hinterher, während er antwortete. Sie führen dort einen Club, wie ich ihn hier aufbauen will, auf vorbildliche Weise. Und ich möchte, dass du hinfährst und dich inspirieren lässt. Was ist das für ein Geschäft? Vincent legte Adnan den Arm um die Schulter. Nur Geduld, mein lieber Geduld. Ich möchte, dass du es in real life erlebst. Er nippte an seinem Champagner. Hab ich dich jemals übers Ohr gehauen? Sie ist mehr als ein gratis Urlaub. Adnan wog die Vor- und Nachteile ab. Zum jetzigen Zeitpunkt überwogen die Vorteile. Wann soll ich fahren? Gut, Adnan. Ich besorge die Tickets so schnell es geht. Vincent sah zufrieden aus. Jetzt muss ich mich kurz um die Gesetzeshüter kümmern. Er stand auf und schlenderte zu den Bullen, die Anzugsfritzen dicht dahinter. Adnan kam nicht umhin, die Tunte zu bewundern. Der Kerl war smart, stellte sich gut mit seinen Feinden, egal welcher Art. Adnan blieb auf dem Sofa sitzen und betrieb ein wenig Smalltalk mit den anderen, er fragte sich, wo Amanda steckte. Es war mindestens schon eine Viertelstunde her, dass sie losgegangen war. Er machte sich zu den Toiletten auf, stellte fest, dass es bei den Frauen keine lange Schlange gab. An der Bar in der Nähe behielt er die Toiletten im Auge. Nach weiteren zehn Minuten holte er sein Handy hervor, um sie anzurufen, sah überrascht, dass er eine SMS von ihr bekommen hatte. Musste los, mir ging's nicht so gut, sorry. Verdammter Mist, konnte sie nicht einfach Bescheid sagen? Die Braut hatte echt einen Schatten. Er ging zur Garderobe und gab dem Mädchen hinter dem Tresen das Plastikteil mit der Nummer. Als sie zurückkam, hatte sie sowohl seine als auch Amandas Jacke in der Hand. Er ging raus auf die Straße, wo der Lärm nicht so groß war und versuchte sie anzurufen. Sie ging nicht ran. War etwas passiert? War Krajewitz da gewesen? Hatten sie ihn mit ihr gesehen und die Gelegenheit genutzt? Er rannte in Richtung Stüdeplan los. Was zum Teufel hatte der Arsch gemacht? Er winkte ein Taxi herbei und sprang schon hinein, als es noch nicht ganz angehalten hatte. In die Förrotsgarten, in Solna. Amanda atmete auf, als sie nach Hause kam. Schon beim ersten Händeschütteln mit Vincent hatte sie verstanden, warum Adnan ihn Tunte nannte. Die Art und Weise, wie er redete, wie er ging und sich aufführte. Aber trotzdem hatte er sie vollständig mit den Blicken ausgezogen, als sie angekommen waren. Sie und Vincent hätten das eine oder andere anstellen können, wenn sie gewollt hätte. Amanda schaltete den Computer ein, zog die Zündholzschachtel aus ihrer Handtasche und legte sie auf den Tisch. Darauf war der Name des Clubs abgedruckt. Darunter befand sich ein gezeichneter Affenkopf. Er ähnelte dem, den Sannah in ihr Tagebuch gemalt hatte. War das Zufall? Als sie neben Vincent auf dem Sofa gesessen hatte, wusste sie, dass er Sannah gekannt hatte. War Sanna der Versuchung erlegen? Hatte sie geglaubt, in diesem Gewimmel aus Stars und Sternchen jemand zu werden? Es gab etwas bei Vincent, das Amanda nicht greifen konnte. Plötzlich war Petter aufgetaucht, Petter aus dem Fitnessraum, Nova Petter. Zusammen mit einem Kollegen stand er auf einmal da, vollkommen fehl am Platz zwischen all den anderen herausgeputzten Gästen. Amanda hatte sich abgewandt und ihre Handtasche vom Boden aufgehoben, gesagt, sie müsse sich mal frisch machen. Sie hatte keine Lust, zusammen mit Adnan Nassimi auf einem Berichtsbogen zu erscheinen. Jetzt hatte sie einen weiteren Schritt in Adnans und Sannas Welt gemacht. Manchmal vergaß Amanda beinahe, dass Adnan einer von diesen Leuten war, wenn sie zusammen frühstückten, wenn sie abends auf dem Sofa kuschelten. Es war nur ein Job für Amanda. Das versuchte sie sich immer wieder klarzumachen, aber mit jedem Tag, der verstrich, wurde es schwerer. Als der Computer hochgefahren war, gab sie Bonobo bei Google ein, ging die verschiedenen Suchergebnisse durch. Der Bonobo pan paniscus auch zwergschimpanse genannt gehört neben dem gewöhnlichen schimpansen zu den menschenaffen die genetisch am engsten mit dem menschen verwandt sind der bonobo lebt in gruppen wie bei vielen anderen säugetieren ist das männchen größer und muskulöser als das weibchen trotzdem haben die weibchen eine dominierende rolle was sie unter anderem bei der essensverteilung zeigen die bonobos haben ein sehr reges sexualleben es kommen verschiedene Kombinationen und Praktiken vor. Männchen mit Weibchen, Männchen mit Männchen, Weibchen mit Weibchen oder Onanie. Die Sexualität dient sowohl der Stärkung des sozialen Zusammenhalts als auch der Konfliktlösung. Nur ein kleiner Teil der sexuellen Kontakte dient der Reproduktion. Drei Viertel der sexuellen Handlungen führen nicht zur Fortpflanzung. Die Bonobos werden umgangssprachlich als die sexgeilsten Affen der Welt bezeichnet. Amanda schüttelte den Kopf. Vincent hatte den Club nach sich selbst benannt. The Love Monkey. Adnan hatte ja gesagt, dass Vincent der Meinung war, jede kriegen zu können. Amanda unternahm eine neue Suche. Bonobo Stockholm. Sie wollte sehen, ob da etwas über den Club geschrieben stand. So war's. Er hatte eine eigene Webseite. Darauf gab es Links zu Vincent's anderen Clubs, zu Sponsoren, Blogs und Fotos von feiernden Menschenmengen. Sie klickte auf gut Glück herum, ohne richtig zu wissen, wonach sie suchte. Betrunkene Gesichter, die in die Kamera lachten, Shampoos, Drinks mit Schirmchen, sogar Vincent war auf einigen Fotos drauf, in der Regel mit einer blonden Schönheit im Arm. Plötzlich kam Amanda der Gedanke, dass Sanna auf einem der Fotos zu finden sein könnte, das machte sie nervös. Sie wusste nicht, wie sie reagieren würde, wenn Sanna plötzlich auf dem Bildschirm auftauchen sollte. Sie klickte zwischen verschiedenen Partys hin und her, verschiedene Daten, verschiedene Jahre, klickte auf Links, die zu anderen Webseiten führten, nichts. Sie war erleichtert und zugleich enttäuscht. Ohne zu wissen wie, war sie plötzlich auf einer Pornoseite gelandet, eine Sexszene mit einer weißen Frau und einem schwarzen Mann lief vor ihren Augen ab. Mehrere andere erotische Filme konnten über verschiedene Bilder auf der rechten Seite des Bildschirms aufgerufen werden. Sie war kurz davor, die Seite zu schließen, als sie innehielt. Eines der Gesichter auf einem der Bilder hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie klickte den Film an, um die Person in einem größeren Format zu sehen. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Amanda saß da wie versteinert und ließ den Film vor sich ablaufen. Ein lautes Klirren riss sie in die Wirklichkeit zurück. Plötzlich schlugen in der Küche Flammen hoch. Sie griff eine Decke vom Sofa und rannte los, um das Feuer zu ersticken. Sie begann zu husten und versuchte so gut es ging, die Luft anzuhalten. Der Feuermelder heulte. Das Feuer schluckte die Vorhänge, kletterte die Küchenschränke hoch, breitete sich über den Teppich aus, fraß sich in Richtung Wohnzimmer. Sie rannte auf die Wohnungstür zu, da fiel ihr ein, dass sie noch etwas holen musste, rannte wieder zurück und fischte es aus der Schreibtischschublade, machte erneut ein paar Schritte auf die Wohnungstür zu. Ihr Brustkorb war kurz davor zu platzen, sie konnte sich nicht mehr zurückhalten. Baumwolle drang in ihre Lunge, so fühlte es sich jedenfalls an. Etwas Scharfes stach von unten in ihren Fuß, sie schwankte vorwärts, legte die Hand auf den Türgriff Dunkelheit. Es wurde still im Aufenthaltsraum, als es wieder in den Nachrichten kam, das, worüber alle an diesem Tag sprachen, das Attentat auf die Kollegen. Die Blicke wanderten zu dem Fernseher, der über einem Tisch hing, das Kauen wurde unterbrochen, Münder standen offen. Ein sogenannter Molotow-Cocktail wurde in der vergangenen Nacht in eine Wohnung im Stockholmer Stadtteil Zollner geworfen. Das Feuer breitete sich rasch in der Wohnung aus, aber den Rettungskräften gelang es ein Übergreifen auf das restliche Gebäude zu verhindern. Die Frau, die in der Wohnung lebte, wurde gerade noch rechtzeitig von einem Nachbarn gerettet, der auch den Notruf tätigte. Magnus schwitzte. Er dankte dem Nachbarn innerlich für dessen entschlossenes Eingreifen – Beihilfe zu einem Mord würde der Karriere kaum förderlich sein. Schon so war's schlimm genug, so eine Kacke. Im Aufenthaltsraum wurde wild spekuliert. Warum hatte man es auf Amanda abgesehen? War es nur Zufall? Warum hielt die Polizeiführung vor den Medien geheim, dass es eine Polizistin betraf? Magnus hatte Angst. Eine Scheißangst. Er hätte nie im Leben gedacht, dass Milodat Kraljewitz eine Brandbombe in die Wohnung werfen ließe vielleicht, dass er hinfahren und den Araber vor dem Haus schnappen würde oder so etwas, aber das hier? Er versuchte sich auf die Fakten zu konzentrieren. Was konnten die Techniker am Tatort finden? Vermutlich nichts. Eine ausgebrannte Wohnung war das Letzte, was sich ein Kriminaltechniker wünschte. Zeugen? Bestimmt gab es eine neugierige Nachbarin, die etwas von ihrem Fenster aus beobachtet hatte, aber sie hatte wahrscheinlich nur irgendeinen schwarz gekleideten Mann gesehen wegen der Zeugen brauchte er sich keine Sorgen zu machen. Blieben diejenigen, die selbst auf die eine oder andere Weise mit der Sache zu tun hatten? Milodat Kraljewicz und seine Bande, Samir, Vincent, er selbst. Von diesen Leuten, die mit Abstand größte Bedrohung war, Samir. Sie waren zwei Tage zuvor freigelassen worden, irgendwo mitten im Wald aus dem schwarzen Jeep geschmissen. Samir hatte gezittert wie Espenlaub und hatte sich vollgepinkelt. Er wollte aussteigen, wollte keine Infos liefern, wollte nicht mehr zusammenarbeiten. Glaubte offenbar, er hätte eine Wahl. Magnus? schnauzte voll von diesem Jammerlappen. Er musste mal wieder die Vertrauensnummer durchziehen. Du und ich, Kleiner, zusammen lösen wir das alles. Lassen diese Kerle ins Kittchen wandern. Die Polizeischule wird dich mit Kusshand aufnehmen. Dein Papa wird so stolz sein. Deine Mutter. Aber erst? Und so weiter. Samir beruhigte sich nach einer Weile, schien jedoch nicht vollkommen überzeugt zu sein. Magnus war gezwungen, sich ein neues Druckmittel zu verschaffen. Etwas, das den Jungen in Schach hielt. Denn wenn er etwas ausplauderte, gäbe es ein Riesenproblem. Ein paar Stunden später sprang Magnus mit dem Uni-Hockeyschläger über die Bande und lief wieder auf das Spielfeld. Sein T-Shirt war vollkommen durchgeschwitzt. Sie hatten drei Spiele absolviert. Die Mannschaftsaufteilung Inspektoren und Kommissare gegen Neulinge. Es war wohl das einzige Mal, dass Magnus sich wünschte, wieder ein Neuling zu sein, um in deren Mannschaft sein zu können, jung, frisch, spritzig. Sie taten alles, um ihre älteren Kollegen vom Platz zu fegen. Er selbst war einer der wenigen Kommissare, die überhaupt noch spielten, die meisten hatten den Schläger schon längst an den Nagel gehängt. Magnus merkte, dass sich die Stimmung unter den Kollegen im Vergleich zum Morgen ein wenig gehoben hatte, ein paar Tacklings und schnelle Antritte wirkten Wunder für die Laune. Er nahm seine Wasserflasche und trank gierig, wollte noch im Fitnessraum vorbeischauen, bevor er duschte und nach Hause fuhr. Eigentlich war er fix und fertig, aber wenn man Kolleginnen in Tights und knappen Trainingsoberteilen beobachten konnte, stemmte man gern ein paar Kilo. Egal wie müde man war. Polizistinnen waren mit das Schärfste, was er kannte. Er holte tief Luft und trat in den Fitnessraum, blies die Brust auf, stellte die Wasserflasche ins Regal und ging zu einer Kraftstation, packte den Griff und zog ihn zur Brust herab, ließ locker und zog wieder. Das Beste bei dieser Übung war, dass man nicht genau sah, wie viel Gewicht man bewegte. Nach zehn Wiederholungen ging er zur Wasserflasche zurück, nahm ein paar Schlucke, sah sich um. Eine Blonde machte sich bereit fürs Bankpressen. Magnus hatte sie schon mehrmals hier gesehen, vermutlich eine Aspirantin aus dem neuesten Jahrgang. Sie hatte ein rotes Top an, das sich eng an ihren Körper schmiegte, wenn sie schwitzte. Magnus' Blick wanderte zu ihrer Brust hinab. Er sah, dass die Warzen emporstanden. Sie legte sich auf die Bank. Ihre Freundin stand dahinter, um zu helfen, auch verdammt heiß. Aber die Blondine war einen Tick schärfer. Er ging wieder zu der Kraftstation, merkte, dass die Freundin der Blonden ihn böse anfunkelte. Er tappt. Aber verdammt, schauen durfte man wohl noch. Er packte wieder den Griff und zog ihn an die Brust, sah, wie die Blonde das Gewicht ein letztes Mal hochstemmte. Sie setzte sich auf, wischte eine blonde Strähne aus den Augen, die sich schweißnass dort verklebt hatte. Mann war die Lecker! Magnus trainierte noch eine halbe Stunde ziellos weiter, zerrte an den Geräten, beobachtete die Blonde und ihre Freundin, während sie verschiedene Übungen machten. War enttäuscht, als er einsah, dass sie bald fertig waren. Beobachtete, wie sie in der Damenumkleide verschwanden. Dort würden sie ihre verschwitzten Trainingsklamotten ausziehen, sie würden duschen. In Magnus' Fantasie würden sie zusammen duschen, sich einseifen, und dann... Entschuldige, bist du fertig? Eine weitere heiße Braut stand vor Magnus. Der Fitnessraum der Polizei war das reinste Paradies. Ja, klar. Er erhob sich von der Beinpresse, überließ sie der Frau, holte seine Wasserflasche, sein Schwanz spannte die Unterhose unter seinen Shorts, er blickte wieder zur Damenumkleide. Er würde alles geben, um dort drin eine Fliege an der Wand zu sein. Alles. Plötzlich hatte er eine Idee. Die Reise nach Sri Lanka war keinen Tag zu früh gekommen, eher zu spät. Nach der Attacke hatte Amanda mehrere Wochen in einem Hotel in Zollner gewohnt und Adnan hatte dort auch ein paar Mal gepennt. Manchmal auch in Diar's Wohnung, aber eigentlich war es überall gleich gefährlich. Hier auf der Insel brauchte er sich nicht mehr verfolgt zu fühlen. Er linste zu Amanda, die in einem Liegestuhl fläzte und ein Klatschblatt las, das sie auf dem Flughafen gekauft hatte. Sie wirkte ebenso entspannt wie er trotz allem, was passiert war. Die neue Umgebung hatte seltsamerweise die Probleme weggezaubert, als hätten sie nie existiert. Sri Lanka war überhaupt nicht, wie er es sich vorgestellt hatte. Eigentlich wusste er nicht, was er sich vorgestellt hatte, aber vielleicht hatte er gedacht, es sei weniger zivilisiert. Dass es nur halbfertige Hütten mit Lehmboden und Strohdach gäbe, keine Autos, keine Straßen, keine Restaurants. Jetzt waren sie in Negombo, einer Küstenstadt in der Nähe des Flughafens. Sie waren seit drei Tagen da und wohnten in einem Drei-Sterne-Hotel am Strand. Das Zimmer war schön, verfügte über einen Fernseher und einen Wasserkocher. Ein Mitarbeiter sprach sogar leidlich Schwedisch. Er hieß Anton. Adnan hatte gedacht, dies sei ein typischer Schwedenname, aber offenbar hießen viele Sri Lanka so. Gehen wir baden? fragte Amanda. Gern. Adnan stand auf und zupfte an seinen Badeshorts herum. Verdammtes Scheißding. Ich krieg Vogel, wenn die Koffer heute nicht kommen. Amanda kicherte. Ihre Koffer waren beim Flug verschwunden. Das war das einzig Negative dieser Reise. Adnan hatte sich in einem Souvenirladen Badeshorts besorgen müssen. Sie sahen grauenhaft aus, außerdem drückten sie im Schritt, wenn er sich bewegte. Amanda war besser vorbereitet gewesen. Sie hatte einen Bikini und Wechselsachen ins Handgepäck getan, Erfahrung von früheren Reisen. Aber inzwischen reichte es ihnen, jeden Abend dieselben Klamotten tragen zu müssen, außerdem wollten sie weiterreisen, Negombo war nur der Ausgangspunkt. Sie hatten beschlossen, einen privaten Guide zu engagieren, den ihnen Anton empfohlen hatte. Der Guide würde sie mit in die Berge nehmen, wo es große Teeplantagen gab. Adnan ging die Teeplantagen am Arsch vorbei, aber die Tour an sich wirkte ganz okay. Am Ende würden sie in einem dieser Nationalparks eine Safari machen, wo man mit ein bisschen Glück Leoparden zu sehen bekam. Dann würden sie selbst entlang der Westküste weiterfahren, zurück zum Flughafen und nach Negombo. Einer der Orte, an dem sie einen Halt einlegen wollten, war Hikaduwa. Das war offenbar einer der beliebtesten Badeorte auf der Insel, aber sie wollten nicht deshalb hin. Es war das Ziel seiner Exkursion, wie Vincent das ausdrückte. Adnan hatte einen Zettel bekommen, auf dem die Adresse stand. Er war froh, dass Amanda mitgekommen war. Als sie vorgeschlagen hatte, ihn zu begleiten, war er überrascht gewesen. Er hätte eher gedacht, dass sie ihn zum Teufel schicken würde, nachdem sie fast verbrannt wäre. Es war der reinste Dusel, dass sie mit einer leichten Rauchvergiftung davongekommen war. Es hätte genauso gut schiefgehen können. Aber sie gab ihm nicht die Schuld. Sie wollte ihn weiter treffen, obwohl sie wusste, dass es ein Risiko darstellte. Sie hatte sich sogar um die Flugtickets gekümmert für sie als Stewardess ein Kinderspiel. Ihre Arbeitgeber übernähmen die Kosten, hatte sie gesagt. Sie meinten, dass ihr eine Pause gut tun würde. Und nun waren sie also hier, badeten im indischen Ozean, total verrückt. Adnan mit einer Braut an einem vornehmen Sandstrand, Surreal, oder wie das hieß. Als sie zur Mittagszeit zum Hotel hochgingen, kam ihnen Anton am Pool entgegen und sagte, dass ihre Koffer angekommen seien. Anton sah glücklicher aus als sie selbst. Sie eilten zur Rezeption und trugen die Koffer ins Zimmer hoch, durchsuchten sie, es schien noch alles da zu sein. Mensch, super! Amanda holte eine Bluse aus ihrer Reisetasche und zog sie über den Bikini. Und heute Abend ziehe ich mein neues Kleid an. Adnan folgte ihrem Beispiel, er streifte ein frisches T-Shirt über und entledigte sich der furchtbaren Badeshorts. Warf sie in den Papierkorb, der umfiel, die Ameisen darunter stoben auseinander. Heb sie doch als Souvenir auf. Amanda grinste übers ganze Gesicht, ihr Humor kehrte zurück, das war ein gutes Zeichen. Der Abstand war die perfekte Medizin. Am Abend verließen sie das Hotel und gingen zum Essen in die Stadt. Ihre Wahl fiel auf ein Restaurant, dessen Anpreiser mit einem englischen Koch lockte, der angeblich die besten Hamburger auf der Insel machte. Genau das Richtige für Adnan. Er hatte die Nase voll von Reis und Curry. Sie bestellten je einen Hamburger und einheimisches Bier. Das Bier war eiskalt, der erste Schluck schmeckte unheimlich gut. Auch der Rest. Amanda trug ein weißes Kleid mit roten Blumen, eng anliegend. Irgendwie ähnelte sie einem Mädchen, mit dem er mal vor einigen Jahren zusammen war. Wie gut du heute Abend aussiehst. Sie lächelte. Danke du auch? Es ist schön, wieder etwas zum Anziehen zu haben, findest du nicht? Weißt du. Ich habe öfter gedacht, dass du mich an jemanden erinnerst, und jetzt ist mir eingefallen, wer das ist? Amanda sah neugierig aus. Echt, wer denn? Ein Mädchen, das ich vor einer Weile getroffen habe. Ihr ähnelt euch. Nicht wie ein Ei dem anderen, aber in bestimmten Gesichtsausdrücken und Bewegungen. Sie strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Warst du mit ihr zusammen? Kann man so sagen. Warum ging es auseinander? Eigentlich waren wir nicht richtig zusammen. Wir haben uns nur ab und zu getroffen. Aber sie ist tot. Tot? Sie beugte sich weiter über den Tisch. Ja, sie hat sich umgebracht. Niemand konnte begreifen, weshalb. Um Himmels willen, erzähl mehr. Der Kellner stand plötzlich mit zwei Tellern neben ihnen und unterbrach ihr Gespräch. Adnan war das ganz recht. Er blickte auf den Hamburger, frisch zubereitet. Er nahm einen Bissen. Der Anpreiser hatte nicht gelogen. Amanda schien dagegen mehr am Reden als am Essen gelegen zu sein. Davon hast du noch nie etwas erzählt von diesem Mädchen. Ich habe lange nicht mehr daran gedacht. Es ist ja schon eine Weile her. Aber damals ging's mir ziemlich mies, ich fragte mich, ob es meine Schuld war. Adnan versuchte, zwischen den Bissen zu sprechen. Warum sollte es deine Schuld gewesen sein? Sie stocherte mit der Gabel in einem Salatblatt herum. Ich war nicht immer ganz korrekt zu ihr. Ich meine, ich hatte ihr nichts versprochen oder so, aber mir war klar, dass sie schon ziemlich an mir interessiert war. Und als das Ganze dann passiert ist, fühlte ich mich schuldig, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich nichts dafür kann. Und woher weißt du das? Dass du nichts dafür kannst, meine ich? Wieso sollte ich? Ich hatte ihr nichts versprochen. Wir haben uns nur ab und zu getroffen. Und ich hatte keine Ahnung, dass es ihr so schlecht ging. Adnan nahm einen weiteren Bissen. Aber das ist lange her. Reden wir nicht mehr davon. Er hob sein Bierglas, um zu unterstreichen, dass sie über angenehmere Dinge sprechen sollten. Sie schnitt ein Stück von ihrem Hamburger ab und nahm den ersten Bissen. Was denkst du eigentlich, was für einen Betrieb du dir da anschauen musst? Keine Ahnung. Huren waren das Letzte, was er Amanda gegenüber erwähnen wollte. Das würde sie niemals akzeptieren. Wenn's um Drogen geht, bin ich sofort raus. Dann muss er gucken, wie er allein zurechtkommt. Mhm, gut. Amanda sah jedoch nicht vollkommen überzeugt aus. Das war auch Adnan nicht, aber er würde seine Schonfrist so lange genießen wie möglich. Sie hatten noch eine Woche, bevor sie nach Hikaduwa fuhren. Wenngleich Adnan wusste, dass die Geschichte nicht sauber war, war er doch neugierig. Vielleicht war's ja wirklich eine brillante Geschäftsidee, wie Vincent behauptete. Und Adnan würde daran teilhaben können. Bekäme Prozente. Er würde wieder auf die Füße kommen, könnte seine Schulden bezahlen und Milorads Fängen entwischen. In die richtigen Kreise gelangen, respektiert werden, gefürchtet. Und nicht zuletzt, sich eine eigene Karre anschaffen. Amanda war froh, dass sie ein paar Tage lang mit dem Guide herumgereist waren. Er hatte sie mit in die Berge genommen und ihnen die großen Teeplantagen gezeigt. Adnan und sie hatten eine Menge Dinge gesehen und erlebt. Das kostete zwar viele Stunden im Auto, aber das machte nichts. So hatte sie Zeit gehabt, in Ruhe über all das, was geschehen war, nachzudenken, wie knapp sie dem Tod entronnen war. Da sie vorübergehend kein Obdach besaß, hätte die Reise nicht passender kommen können. Sie konnte außerdem der ganzen Aufregung aus dem Weg gehen. All den Kollegen, die sich besorgt bei ihr meldeten und wissen wollten, warum ausgerechnet sie angegriffen worden war. Sie war ihnen dankbar für ihr Mitgefühl, zugleich war es immer ein stressiger Moment, wenn sie anriefen und Adnan in der Nähe war. Sie wunderte sich, dass die Presse noch nicht gemeldet hatte, dass sie Polizistin war, was aus dem Angriff eine Top-Nachricht gemacht hätte. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand das ausplauderte. Je schneller sie mit Adnan ins Ausland abdüste, desto besser. Genauer gesagt, einen Auslandsaufenthalt, den die Polizeibehörde finanzierte, um eine bedrohte Mitarbeiterin zu schützen. Niklas Holm, der neue Polizeichef, war anfangs überhaupt nicht auf dieser Linie, aber Amanda konnte ihm mehrere Kollegen nennen, die aus ähnlichen Gründen ins Ausland geschickt worden waren, so dass er schließlich nachgab. Im Hotelzimmer schälte sie sich aus den Kleidern, die waren nach einem ganzen Tag in der schwülen Hitze völlig durchgeschwitzt und schmutzig von dem vielen Staub. Ich gehe sofort duschen, fühle mich verdammt mitgenommen. Sie hoffte, dass es warmes Wasser gab, das tat es, und sie ließ den Strahl über sich strömen. Sie sah Adnan durch die beschlagene Glastür an, die Tattoos, die sich über seinen Muskeln bewegten. Er sah gut aus. Daran gab es keinen Zweifel. Es konnte nicht Adnan in dem Pornofilm gewesen sein, den sie entdeckt hatte, als der Molotow-Cocktail in ihrer Küche gelandet war. Sie hatte den Film noch einmal im Internet gesucht und genau angeschaut. Das Mädchen mit dem halblangen, dunklen Pagenschnitt sah in die Kamera. Ihr Blick war leer, als verstünde sie nicht, was passierte. Das Mädchen war mit Drogen betäubt worden. Die Sache geplant, wenn man bedachte, mit welcher Sorgfalt die Kameras platziert worden waren. Das Geschehen wurde von der Seite gefilmt, von vorne, von oben. Nahaufnahmen der Penetration, Nahaufnahmen des ausdruckslosen Gesichts des Mädchens. Hatte Jensine deshalb inzwischen helles Haar? um nicht wiedererkannt zu werden? Der Titel des Films lautete »Geile Jensine«. Bei dieser Entdeckung war Amanda ein schrecklicher Gedanke gekommen. War Sanna auch in irgendeinem Film? Hatte ihr Vergewaltiger die Szene aufgenommen und ins Netz gestellt? Wollte sie deswegen nicht mehr leben? Wie in Trance hatte Amanda nach Filmen mit dem Namen Sanna gesucht, hatte tausende Treffer, musste einsehen, dass es eine Ewigkeit dauern würde, alle anzusehen. Sie hatte per Zufall ein paar ausgewählt und Mädchen in allen möglichen Stellungen gesehen, zusammen mit anderen Männern, alten Knackern, zusammen mit anderen Mädchen, Dreier, Vierer. Keine davon sah aus wie ihre Schwester. Aber es war trotzdem nicht auszuschließen, dass Sanna derselben Sache ausgesetzt worden war wie Jensine. Im Gegenteil, es war sogar sehr wahrscheinlich. Amanda wurde klar, dass sie unheimlich viel Internetmaterial durchzuarbeiten hatte. Schneller ginge es, wenn sie herausfände, wer der Mann war. Adnan war es auf keinen Fall. Die Person im Film war dünner, das Gesicht unkenntlich gemacht, außerdem hatte er keine Tattoos. Wobei der Film schon einige Jahre alt war. Ein Körper veränderte sich. Tattoos konnten im Nachhinein in die Haut gefräst werden. Adnan war in der Dusche und trat dicht zu ihr, umarmte sie, drückte sich an sie. Sie strich ihm über die Arme, den Po, über die Innenseite des Oberschenkels redete sich ein, dass es unmöglich war, in wenigen Jahren so viele Muskeln aufzubauen. Der Mann im Film hatte außerdem eine andere Haltung. Es war unmöglich, Adnan. Oder? Er küsste sie auf den Hals und sie beugte den Kopf nach hinten, verdrängte alle Gedanken an den Film, gestattete sich das zu genießen, was passierte. Hier und jetzt. 17. November Weiß nicht recht, wie ich anfangen soll aber ich spüre, dass ich alles aufschreiben will. Vielleicht, weil ich es später einmal brauchen kann, wie diese Amanda gesagt hat. Als sie vor ein paar Wochen an der Tür stand, bekam ich einen richtigen Schock und wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich schämte mich auch ein wenig, weil ich ihr diese SMS geschickt hatte, aber weshalb sollte ich mich eigentlich schämen? Sie hatte ja mit meinem Mann geschlafen. Ich stand da in einem Morgenmantel und mit einem Schal, der das Würgemahl verdeckte, es war so peinlich. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte, fühlte mich bedrängt, also schlug ich ihr die Tür vor der Nase zu. Wenig später bekam ich eine SMS von ihr. Sie meinte, ich solle alles aufschreiben, wie ein Tagebuch. Ich kapiere gar nichts. Woher weiß sie das alles? Kennt sie Annelies Anzeige? Magnus würde ihr nie im Leben davon erzählen. Ich gestehe mir selbst ja kaum ein, was passiert, was Magnus mir antut. Aber nach dieser SMS habe ich viel über das nachgedacht, was sie gesagt hat. Er sagt ja, dass er mich liebt. Aber warum behandelt er mich so? Ich denke oft an meine alten Freunde und frage mich, was sie machen, wie es ihnen geht. Haben sie Kinder? Sie fehlen mir. Am liebsten würde ich sie suchen und einfach mal anrufen, vor allem Lisa. Aber sie und Magnus haben sich überhaupt nicht verstanden. Sie fand, dass er mich kontrolliert. Vielleicht hatte sie recht. Aber für mich war Magnus damals lieb und fürsorglich, er wollte ja nur mein Bestes. Er hat Angst, dass ich jemand anderen kennenlerne, wenn er nur wüsste, wie sehr ich ihn in all den Jahren geliebt habe. Und letztes Mal, als ich mit Annelie zum Abendessen aus war, da reagierte er wegen meiner Kleidung. Sie war schon ein bisschen aufreizend, aber er hat trotzdem überreagiert. Er hat mir die Kleider vom Leib gerissen und zwang mich zum Sex, obwohl ich nicht wollte. Ich konnte mehrere Tage nicht zur Arbeit, weil ich einen schlimmen blauen Fleck am Hals hatte. Außerdem habe ich Chlamydien bekommen, dieser Arsch. Und er hat nichts gesagt. Ich bin zum Gynäkologen gegangen, weil es so gejuckt hat. Magnus würde sicher mich beschuldigen, fremdgegangen zu sein, selbst würde er es nie zugeben, obwohl ich Beweise habe. Ich werde versuchen, jeden Tag zu schreiben. Und ich muss mir wirklich überlegen, was ich unternehme. Soll ich Magnus mit seinem Fremdgehen konfrontieren? Er würde durchdrehen. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Was ist, wenn er mich verlässt? Ich kriege Panik, wenn ich daran denke. Magnus fuhr die Garagenauffahrt hoch. Einmal mehr wurde ihm bewusst, wie schön sie wohnten, wie gut sie es eigentlich hatten. Es kam nicht oft vor, dass er über solche Dinge nachdachte, aber heute verspürte er eine unablässige Unruhe. Er stand ganz allein, er gegen den jugoslawischen Mafiakönig, er gegen das Universum. Seine einzigen Waffen Vincent und der kleine Samir, beide unzuverlässig. Lieferte er Vincent ans Messer, zog er sich selbst mit ins Verderben, und Samir war eine unsichere Karte. Doch heute hatte er etwas getan, das getan werden musste, er war gezwungen gewesen, Samirs Vertrauen zurückzugewinnen. Magnus war zu der stattlichen Villa in Olwig gefahren, Grönwigswägen. Hier wohnten definitiv keine Hungerleider. Die pompösen Bauten lagen hoch oben auf einem Hang und verfügten über große Panoramafenster in Richtung der tiefer gelegenen Seen. Magnus parkte, blickte zu der blass-rosafarbenen Villa empor und machte sich daran, die breite Steintreppe hochzusteigen. Er hoffte, dass jemand zu Hause war, konnte nicht erkennen, ob irgendwo Licht brannte, es war mitten am Tag. Er klingelte und lauschte, hörte Geräusche, jemand war auf dem Weg zur Tür. Er klingelte hastig ein zweites Mal, um ein Gleichgewicht zu schaffen und ließ die Klingel erst los, als eine etwa 45-jährige Frau öffnete. Wahrscheinlich die Person, die er suchte, braunes, glattes Haar, Schulter lang, sah nett aus, fein gekleidet, weiße Bluse mit Volantkragen. Magnus fischte seinen Polizeiausweis hervor. Guten Tag. Magnus Blomberg, Polizei Westeroth. Die Frau wirkte baff. Äh, hallo, was kann ich für Sie tun? Sind Sie Orsa Nylander, die Mutter von Sarah? Die Frau sperrte die Augen auf. Ja, ist etwas passiert? Nein, nein, seien Sie ganz beruhigt, Sarah ist nichts passiert. Aber ich bin hier, um Sie über Dinge zu informieren, über die Sie Bescheid wissen sollten. Magnus sah, wie Orsa aufatmete, wie die meisten Eltern, wenn sie erfuhren, dass mit ihren Kindern alles in Ordnung war. Ich arbeite im Dezernat für Schwerverbrechen und da höre ich natürlich einiges. Ich komme, weil ich Sie fragen wollte, ob Ihnen bewusst ist, dass Ihre Tochter Sarah mit einem Jungen namens Samir verkehrt. Erstaunen. Nein, davon weiß ich nichts. Sind Sie sicher, dass es um meine Sarah geht? Ganz sicher, sonst wäre ich nicht hier. Die Sache ist die, dass dieser Samir einer Jugendbande angehört, die im südlichen Jerwa ihr Unwesen treibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber in diesen Banden spielen Drogen eine wichtige Rolle. Sie finanzieren das unter anderem mit Einbrüchen und Raubüberfällen. Magnus machte eine Kunstpause. Und als mir auffiel, dass ihre Tochter mit diesem Samir verkehrt, hatte ich den Eindruck, dass es nicht passt. Diese Art von Umgang. Verstehen Sie, was ich meine? Osa sah schockiert aus. Sie nickte. Magnus fuhr fort: Deshalb wollte ich Sie darüber in Kenntnis setzen. So können Sie und Ihr Mann mit Sarah reden. Sie ist ja schließlich erst 14, oder? Äh, ja. Osa nickte wieder. Und Samir ist 17. Sie wissen ja auch, was Jungs in diesem Alter im Sinn haben. Orsa sperrte die Augen noch weiter auf. Es ist nicht selten, dass Sie junge Mädchen zum Sex verführen und so. Nicht, dass es in diesem Fall so sein muss. Aber ich möchte nur, dass Sie sich der Lage bewusst sind. Um Gottes Willen. Sie ist doch erst 14. Das ist ja Vergewaltigung. Bingo. Es lief besser, als er gedacht hatte. Genau. Wenn es denn wirklich so ist. Ich habe ja nur die Information, dass Sie sich oft treffen. Ich dachte nur, dass ich Sie darüber in Kenntnis setzen sollte. Ja, tausend Dank. Gott, ich bin nur ein wenig schockiert. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie mir das gesagt haben. Ich werde heute Abend mit meinem Mann sprechen. Ja, tun Sie das. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie mich gern kontaktieren. Magnus hielt ihr seine Visitenkarte hin. Rufen Sie einfach an. Osa's kreidebleiches Gesicht bescheinigte Magnus, dass er ins Schwarze getroffen hatte, bald würde der kleine Samir wieder um seine Hilfe betteln. Es war still, als Magnus ins Haus trat, aber er wusste, dass Pia da war. Hallo? Ich bin im Schlafzimmer. Er hörte Pias Stimme im Obergeschoss. Magnus ging die Treppe hoch und sah sie im Bett sitzen, den Computer auf dem Schoß. Was machst du? Ich google nur ein bisschen. Nach was denn? Nichts spezielles. Aha. Du hast dich doch wohl nicht bei Facebook angemeldet oder so ein Blödsinn. Nein, warum sollte ich das? Man weiß nie. Heutzutage scheinen ja alle ein enormes Bedürfnis zu haben, jedem mitzuteilen, was sie zum Frühstück gegessen haben. Aber man kann sich doch aussuchen, was man dort schreibt. Mir scheint das eine ziemlich gute Sache zu sein. Dann kann man ein bisschen mit Freunden in Kontakt bleiben, die man sonst nicht mehr so oft trifft. Und mit wem solltest du in Kontakt bleiben? Sofort tauchte Pias Ex-Freund vor seinem inneren Auge auf. Rickard. Rickard mit dem lockigen Haar. Tunte. Was weiß ich? Mit Lisa vielleicht. Lisa? Magnus runzelte die Stirn. Was willst du von der? Außer Partys hat die doch nichts im Kopf. Das ist fünfzehn Jahre her, und wir haben auch sonst eine Menge unternommen. Aha, du willst also wieder ausgehen und in Bars rumhängen. Die Wut kochte hoch, er versuchte sich zusammenzureißen, aber die Worte entfuhren ihm dennoch. Vielleicht willst du ja Rickard auch wieder treffen. Jetzt beruhige dich mal. Ich hab kein Facebook und hab auch nicht vor, mich dort anzumelden, also lassen wir das jetzt. Magnus starrte Pia an, die wie ein unschuldiger Engel im Bett hockte, aber eigentlich wollte dieser Engel nichts mehr als die Tunte wieder zu treffen. Die Unruhe, die vorher an Magnus genagt hatte, wurde zu einem harten Druck um seine Brust. Er ging zu Pia und riss ihr den Computer aus den Händen, blickte auf den Bildschirm, die Webseite einer Zeitung mit der großen Überschrift So wirst du schlank in sieben Wochen. Wofür sollst du denn abnehmen? Willst du dich jemandem zeigen, oder was? Hör jetzt auf, das alles existiert nur in deinem Kopf. Sie schob ein Kissen hinter ihrem Rücken zurecht. Du bildest dir ständig ein, dass ich untreu sein möchte oder sowas. Wenn hier jemand etwas in Frage stellen könnte, dann wohl ich. Magnus war kurz davor zu explodieren. Ach ja? Vielleicht kannst du mal damit anfangen, mir zu erklären, wie du mich mit Chlamydien angesteckt hast. Es rauschte in Magnus Ohren Panik. Wie war sie darauf gekommen? Dabei hatte er geglaubt, alles gut übertüncht zu haben. Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Was, wenn Pia ihm die Chlamydien angehängt hatte? Verdammt! An diese Möglichkeit hatte er noch gar nicht gedacht. Und die ganze Zeit hatte er geglaubt, es sei seine Schuld. Pia war ja ausgegangen, kurz bevor es anfing, bei ihm zu jucken. Wie konnte sie nur? Sein Blickfeld verengte sich und er fixierte Pias linke Wange, seine Hand fuhr ohne Vorwarnung durch die Luft, traf das Ziel mit einem lauten Klatschen. Piers Körper folgte der Richtung seiner Hand, sie ließ den Kopf hängen und hielt ihre Hand vor's Gesicht. Magnus hasste den Anblick dieser mickrigen Gestalt, die ihn so fürchterlich gekränkt hatte. Er hörte, dass jemand wie ein abgestochenes Schwein brüllte, merkte, dass er selbst es war. "Du hast Klamödien, du verdammte Hure! Mit wem hast du gefickt, ha? Sag es! Sind es so viele, dass du es nicht weißt, ha?" Er packte sie an den Arm, schüttelte sie. Antworte mir! Ihr Kopf schwang vor und zurück, knallte gegen die Wand. Sag es mir! Lass mich los, bitte! Sie klang jetzt kleinlaut. Ich habe mit niemandem geschlafen, und das weißt du. Magnus ließ ihre Arme los, blickte die in sich gekauerte Gestalt mit Abscheu an. Scheiße, bist du eklig! Ich werde dafür sorgen, dass all deine Kollegen erfahren, was für eine Hure du bist. Aber das wissen Sie bestimmt schon. Wahrscheinlich hast du dich auch dort schon von jedem Flachlegen lassen. Er sammelte die Spucke, die sich bei dem Wutausbruch in seinem Mund gebildet hatte, spie sie aus, traf mitten in ihr Gesicht, ließ sie zusammengesunken im Bett zurück. Verdammte Scheiße. Magnus schloss sich in seinem Büro ein. Hier hatte niemand sonst Zutritt. Pia durfte hier nicht einmal putzen, das erledigte er selbst. Der Raum war sein Zufluchtsort, seine Spielwiese. An den Wänden hingen Diplome von diversen Kursen, die er im Laufe der Jahre absolviert hatte. Medaillen von Leichtathletikveranstaltungen, in chronologischer Reihenfolge. Die erste war eine Goldmedaille aus der siebten Klasse. Hochsprung. Er erinnerte sich noch, wie stolz er gewesen war, sein Vater auch. Etwas anderes als Gold zählte nicht. Er setzte sich an den Schreibtisch und schaltete den Computer an war gespannt, ob es funktionieren würde, sein kleines Experiment. Er startete das Programm. Ein paar Klicks warten warten. Plötzlich erschienen die Umkleide vor ihm auf dem Bildschirm, die Frauenumkleide. Er beugte sich vor. Es war eine bessere Auflösung als erwartet. Der Typ, der sie ihm verkauft hatte, hatte recht gehabt. Es waren die besten Kameras auf dem Markt. Gut so. Schließlich hatte er einen ordentlichen Batzen Geld dafür hingelegt. Magnus hatte sich an einem Tag spät abends in die Umkleide geschlichen, als er wusste, dass nur wenig Personal anwesend war. Rasch hatte er zwei Kameras montiert und zur Dusche hin ausgerichtet, hatte sie in grünen Plastikpflanzen versteckt, die er mitgebracht hatte. Frauen mochten so ein Zeug, niemand würde es komisch finden, wenn hier so etwas herumstand. Magnus fuhr zurück, eine bleiche und fette Körpermasse mit einem Bauch, der ihn an aufgequollenen Pizzateig erinnerte, tauchte auf dem Bildschirm auf. Das teigige Etwas hängte ein Handtuch auf und ging zur Dusche. Magnus konnte die Frau als Kerstin Johansson identifizieren, eine verbitterte 50-jährige Kollegin, die seit mindestens 30 Jahren als Streifenpolizistin arbeitete. Kerstin seifte sich ein, hob die Brust an, um alle Stellen zu erreichen. Magnus erschauerte, enttäuscht, die ganze Arbeit, die er investiert hatte und dann so etwas. Doch da, ein Schimmer am Horizont, eine Zehn-Punkte-Braut ging in die Dusche und stellte sich neben Kerstin. Magnus kannte sie vom Sehen. Wusste nicht, wie sie hieß. Sie war groß und schlank, braunes Haar. Sie ließ das Wasser über den Kopf strömen, über die helle Haut, die Brüste. Sie nahm ein wenig Shampoo und massierte es in die Haare. Der Schaum folgte dem Wasser abwärts auf die Reise über die Kurven. Magnus knöpfte die Hose auf und arbeitete sich blitzschnell zum Höhepunkt. Verdammte Scheiße. Das war nun doch die beste Idee, die er seit langem gehabt hatte. Adnan war pappsatt. Sein Magen wölbte sich in alle Himmelsrichtungen. Sie hatten beide je eine Pizza vertilgt. Nun saßen sie da und genossen ihre Drinks. Er trank einen Gin Tonic. Amanda hatte eine Art Fruchtshake mit Wodka bestellt. Nichts für Adnan. Sobald er ausgetrunken hatte, würde er zu der Adresse fahren. Vincent hatte ihm gesagt, dass er nicht vor elf Uhr abends hingehen könne. Jetzt war es zwanzig vor. Wir haben nur noch zwei Abende. Die Zeit ist schnell vergangen, oder? Er blickte zu Amanda. Soll ich nicht doch mitkommen? Du wirkst ein bisschen nervös. Nein, Mensch, ich gehe alleine hin. Amanda hatte schon mehrmals nachgehakt, aber er wollte sie nicht dabei haben. Er hatte selbst gemerkt, wie unruhig er im Laufe des Tages gewesen war. Seltsame Dinge waren ihm durch den Kopf gegangen. Warum eine so aufwendige Exkursion zu einem Bumsschuppen? Er kannte sich doch längst mit dem Business aus. Ein Gedanke meldete sich immer wieder. Waren es Kinder? Kleine, die von der Straße aufgelesen worden waren? Der Gedanke war so absurd, dass er fast darüber lachen musste. Nicht einmal Vincent konnte so durchgeknallt sein. Da lag es näher, dass es Schwule waren, männliche Prostituierte. Vincent sollte sich nur trauen, Adnan in so was Perverses zu verwickeln. Nein, das Ganze war vielleicht eher eine Falle. Vincent hatte jemanden angeheuert, der ihn ermorden und im Dschungel vergraben sollte, wo man seine Leiche nie finden würde. Etwas stimmte ganz und gar nicht. Er leerte sein Glas. Der Drink hinterließ einen bitteren Geschmack im Mund. Am besten düse ich gleich los. Wartest du an der Hotelbar, wie wir gesagt haben? Ja, und falls ich nicht dort bin, schlafe ich schon. Schick mir eine SMS, wenn es länger dauert. Er stand auf und gab ihr einen Kuss auf den Mund, schob sich an den anderen Gästen vorbei, die mit ihren Pizzen beschäftigt waren. Draußen auf der Straße rief er dem ersten Autofahrer, der Taxi brüllte, Yes! zu. Er sah kein Taxischild auf dem Dach, aber das schien hier normal zu sein. Jeder, der ein Auto besaß, fuhr Taxi. Weval Road. Adnan hielt ihm den Zettel hin, den er von Vincent bekommen hatte. Der Chauffeur starrte darauf, dann sprang er aus dem Wagen und lief zu einem anderen Mann, der in seinem Auto hockte und vor sich hin döste. Sie diskutierten wild, gestikulierten, dann kam Adnans Fahrer zurück. Komm, komm! Er gab Adnan zu verstehen, sich in den Wagen zu setzen. No good, no good, murmelte er, während er Adnan über den Rückspiegel musterte und übertrieben die Stirn runzelte. Adnan spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Is it far? Ten minutes? Okay. What kind of place is it? Eh? What kind of place is it? wiederholte Adnan und versuchte so deutlich zu sprechen wie möglich. Der Chauffeur schüttelte nur den Kopf, offenbar hatte er nicht verstanden, aber es schien kein Ort zu sein, den er empfehlen würde. Adnan versuchte zu verfolgen, welche Wege sie nahmen, hatte aber rasch die Orientierung verloren. Es war dunkel und sie fuhren ständig links und rechts. Sie bogen in einen schmalen Schotterweg, jetzt konnte es nicht mehr weit sein. Nach weiteren zehn Minuten auf dem extrem holprigen Weg hielt der Chauffeur an und deutete auf ein Licht, wenige hundert Meter entfernt. Over there? fragte Adnan. Der Chauffeur nickte. Adnan hatte überhaupt keine Lust, aus dem Wagen zu steigen. Er würde niemals zurück zum Hotel finden und es war pechschwarze Nacht draußen. Ein Stück entfernt erahnte er ein paar geparkte Autos. Can you wait here for me? Der Chauffeur sah zweifelnd drein. How long? One hour, maybe two. I pay you, okay? Mit einem gewissen Zögern schien der Chauffeur einzuwilligen und Adnan gab ihm einen Schein extra, bevor er ausstieg. Er schloss zögernd die Tür und ging auf das Licht zu. Er lauschte auf verdächtige Geräusche, hörte aber nur das durchdringende Zirpen von Grillen oder was auch immer das war. Als er die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, gingen hinter ihm die Scheinwerfer aus. Adnan blieb stehen und blickte sich zum Taxi um. Er sah nichts. Vermutlich nutzte der Chauffeur die Wartezeit für ein Nickerchen. Adnan fluchte innerlich, holte sein Handy hervor und schaltete die Taschenlampenfunktion ein. Als er näher kam, sah er Öllampen, die über dem Eingang des Holzhauses hingen, das völlig einsam im Busch zu liegen schien. Er sah keine Menschenseele, aber durch die Ritzen in den abgedeckten Fenstern drang ein wenig Licht. Soweit Adnan erkennen konnte, gab es hier nichts anderes. Er stieg auf die Veranda und die Holzplanken knarrten unter seinen Füßen, er zögerte. Am liebsten hätte er sich wieder in den Wagen gesetzt, aber er war keiner, der den Schwanz einzog hob den Arm und klopfte an die Tür. Der Schweiß rann ihm den Rücken hinab. Plötzlich hörte er, dass drinnen jemand auf dem Weg zur Tür war. Eine kleine Luke öffnete sich und eine Stimme, deren Geschlecht schwer auszumachen war, fragte, Yes, can I help you? Adnan war verdutzt, nicht auf die Frage vorbereitet. Uh, yes, uh, I'm a friend of Vincent. Mehr brachte er nicht hervor, aber offenbar reichte das. Die Person hinter der Tür machte auf, ohne weitere Fragen zu stellen. Welcome. Es war ein Mann. Adnan trat ein und folgte ihm in einen größeren Raum, in dem sich mehrere andere Männer aufhielten. Zigarettenrauch lag wie Nebelschleier in der Luft, und die Luft war stickig. Die Möbel aus Holz und Bambus waren sehr einfach, aber das Ganze wirkte dennoch fein eingerichtet. Eine junge Sri Lankerin kam sofort zu ihm und führte ihn zu einem Tisch, fragte in gebrochenem Englisch, ob er etwas trinken wolle. Er bestellte ein Red Lion, und sie ging davon. Er musterte sie, sie trug eine Art weinrote Tracht, ein Kleid, das bis zu den Fußknöcheln reichte. Oben konnte man nur an den Armen ein wenig nackte Haut sehen. Er sah zwei weitere Frauen, die ähnlich gekleidet waren, nur die Farbe ihrer Kleider unterschied sie voneinander. Die eine hatte ein blaues, die andere ein grünes. Sie schienen nur als Bedienungen da zu sein. Ungefähr die Hälfte der Männer waren einheimische. Die übrigen mussten Ausländer aus dem Westen sein, ihnen allen war eines gemein. Sie sahen reich aus. Ein paar Männer saßen um einen großen runden Tisch und waren vollkommen in ein Kartenspiel vertieft. Adnan nahm an, dass sie Pokerten, dafür sprachen jedenfalls die Chips, die in Haufen vor ihnen lagen. An einem anderen Tisch hockten zwei Männer und spielten Backgammon. Adnan dachte unwillkürlich an Amanda, denn sie hatten das Spiel erst vor wenigen Tagen zusammen gespielt. Er hatte es ihr beibringen müssen, da sie es noch nie ausprobiert hatte. Die Bedienung kam mit seinem Bier und er nahm einen Schluck, er fühlte sich gleich besser mit etwas in der Hand, als hätte er Gesellschaft bekommen. Er ließ den Blick durch den Raum wandern, versuchte zu entdecken, was an diesem Ort so besonders sein sollte, so speziell, dass die Leute aus ganz Europa zu Vincent's Club pilgern würden, wie er behauptet hatte. So wie es hier der Fall zu sein schien angesichts der vielen Ausländer. Die Männer schienen es nicht eilig zu haben, im Gegenteil. Die meisten sahen aus, als hätten sie schon ein paar Stunden gewartet. Sie spielten Karten oder andere Spiele miteinander. Soweit er erkennen konnte, hatte nur das Pokern mit Geld zu tun. Alles andere war reiner Zeitvertreib. Eine Stunde später war Adnan ziemlich ungeduldig. Sollte er nur da sitzen und zuschauen? Kein einziger hatte sich als Vincents Freund vorgestellt. Niemand hatte überhaupt mit ihm gesprochen. Er hatte die Vorgänge im Haus verfolgt und erahnte ein Schema. Ab und zu ging eine der Frauen zu einem Mann hin und führte ihn durch eine Tür. Nach etwa einer Minute kam sie zurück. Bediente die Gäste im Lokal weiter. Die Männer hingegen kamen nie zurück. Adnan vermutete, dass es auf der Rückseite einen zweiten Ausgang gab. Die Frage war nur, was sie da drin machten. Worauf alle warteten, während sie Poker spielten und quatschten. Adnan musste an einen Film denken, den er vor einiger Zeit gesehen hatte. Er spielte in Bulgarien und handelte von zwei hübschen Mädchen, die zwei Jungs in eine Höhle unter der Stadt lockten. Dort wurden die vier überfallen und getrennt in Zimmern gefesselt, die aussahen wie Folterkammern. Auf schauerlichste Art wurden sie dann nacheinander von einem irre aussehenden Kerl zerstückelt, am Ende konnte einer der Jungs fliehen. Er entdeckte, dass es sich um eine organisierte Bande handelte, die von Spinnern bezahlt wurde, um dort ihre Phantasien ausleben und Chirurg spielen zu können. Der Film war grotesk und hatte sich in Adnans Gedächtnis geprägt. Plötzlich war Adnan dran. Er schüttelte die Gedanken an den kranken Film ab, stattdessen versuchte er sich zu freuen, dass er die Sache bald überstanden hatte. Die Bedienung führte ihn zu einem Raum, ließ ihn aber allein eintreten, die Tür hinter ihm fiel zu und wurde abgeschlossen. Amanda zog ein weißes Top an und kurze Teils, band ihre Haare zu einem Pferdeschwanz. Während sie ihre Laufschuhe schnürte, blickte sie zu Adnan hinüber, der noch schlief, sie würde ihn heute liegen lassen und allein laufen. Sonst hatten sie das in diesem Urlaub jeden Morgen zusammen gemacht, sie schlich aus dem Zimmer und schloss hinter sich so leise sie konnte die Tür. Um diese Tageszeit war es am schönsten, die stärksten Sonnenstrahlen verbargen sich noch hinter dem Horizont, es war angenehm warm draußen. Nur die Frühaufsteher waren schon wach. Sie joggte direkt am Wasser den Strand entlang, dort war der Sand am besten zum Laufen geeignet. Wenn sie zu Hause trainierte, hatte sie immer Musik in den Ohren, aber hier vermied sie das. Es war viel schöner, den Geräuschen des Meeres in Bewegung zu lauschen, Sie staunte über die vielen kleinen sandfarbenen Krabben, die flohen, wenn sie merkten, dass etwas Großes herankam. Ihre Beine bewegten sich so schnell, dass es aussah, als würden sie in der Luft schweben. Amanda liebte es, am Meer zu laufen. Die Leute fragten immer, wie sie es schaffte, im Urlaub zu trainieren, aber für sie war das eine Selbstverständlichkeit. Wann sonst hatte man überschüssige Zeit und Energie, wenn nicht in solchen Momenten? Sie dachte an den Vorabend zurück. Was hatte Adnan eigentlich erlebt? Er hatte ihr gesagt, dass er allein fahren würde, weil er sie keiner Gefahr aussetzen wolle. Er vertraue Vincent nicht ganz, meinte er. Es sei besser, wenn sie im Hotel bliebe. Sie hatte zugestimmt. In Wirklichkeit aber hatte sie ganz und gar nicht die Absicht gehabt, da zu sitzen und zu warten. Das hier war ihre Chance. So konnte sie sehen, was Vincent Bonnerud trieb. Irgendetwas stimmte mit diesem Mann nicht. Warum schickte er Adnan nach Sri Lanka? Ihr fiel keine logische Erklärung ein. War es eine Art Test? Drogen? Nachdem Adnan das Restaurant verlassen hatte, war sie ihm gefolgt. Sie hatte das Gespräch zwischen Adnan, dem Taxichauffeur und einem dritten Mann beobachtet, der ihnen mit der Adresse geholfen hatte. Sobald Adnan und der Chauffeur losgefahren waren, lief sie zu dem dritten Mann und sagte, dass sie zum selben Ort wolle wie die anderen beiden. Der Mann blickte sie seltsam an und schüttelte den Kopf, murmelte etwas. Dann winkte er ein Tuk-Tuk herbei, das gerade an ihnen vorüberfuhr. Es blieb stehen und der Mann nannte dem Jungen, der dieses dreirädrige Moped mit montiertem Dach steuerte, die Adresse. Amanda nahm jedenfalls an, dass sie über die Adresse sprachen, da der Junge sie plötzlich auf die Bank setzte und losfuhr, ohne nach dem Ziel zu fragen. Der Junge hubte und fuhr im Slalom durch den Verkehr. Als sie einem Bus entgegenrasten, warf er sich zwischen zwei Autos, um nicht frontal mit ihm zusammenzustoßen. Die Busfahrer waren vermutlich die verrücktesten in diesem Land, sie fuhren auf Provision. Je mehr Passagiere, desto höher der Lohn. Dies erklärte, warum die Busse so überladen waren und die Fahrer das Gaspedal durchdrückten. Diesmal entgingen sie einem Zusammenstoß und Amanda atmete auf, sie bogen in einen schmalen Schotterweg und entfernten sich immer weiter von der befahrenen Straße. Plötzlich hielt der Tuktuk-Fahrer mitten im Nirgendwo. Wollte er sie ausrauben? Amanda bereitete sich auf das Schlimmste vor. You go. Der Junge zeigte geradeaus in die Dunkelheit. Amanda entspannte sich ein wenig. I go? Yes. Sie stapfte los und stolperte über eine Baumwurzel, die quer über den Pfad verlief, sah, dass einige Autos in der Nähe geparkt waren und stellte fest, dass eines davon genauso aussah, wie das mit dem Adnan gefahren war. Dies sagte ihr, dass sie richtig war. Im Näherkommen erkannte sie ein großes, braunes Holzhaus. Sie versteckte sich hinter einem Busch und wartete eine Weile. Sah einen Schatten, der sich im Inneren bewegte, aber es war unmöglich auszumachen, was drinnen geschah, da die Fenster mit Brettern vernagelt waren. Sie saß bestimmt eine halbe Stunde da, bevor sie das erste Geräusch aus dem Haus vernahm, sie duckte sich noch tiefer hinter den Busch, lauschte. Es klang, als öffne sich eine Tür und als käme jemand ins Freie. Nach ein paar Augenblicken hörte sie Stimmen, zwei Männer redeten miteinander auf Russisch? Das Gedankenkarussell in ihrem Kopf nahm Fahrt auf. Kamen in ihrem Leben in letzter Zeit nicht ungewöhnlich viele Russen vor? Erst russische Soldaten, die einen Lieferwagen in Okersberger klauten, um ihn anschließend für die Entführung eines Pavians zu verwenden, dann dieser Putin und sein von Narben gezeichneter Kompan, die Vincent Adnan im Bonobo vorgestellt hatte. Jetzt gab es auch noch russisch sprechende Männer an diesem Ort mitten im Dschungel. Sie musterte die beiden, als sie an ihr vorbeigingen, leicht nach vorn gebeugte Haltung, stets bereit für eine mögliche Attacke. Amanda wagte nicht, sich zu regen, hielt die Luft an, sie sah, wie die Männer in ein Auto stiegen. Die Scheinwerfer gingen an, als sie den Motor anließen, aber zum Glück waren sie nicht auf sie gerichtet. Sie vermutete, dass die Russen aus einer Tür auf der Rückseite des Hauses gekommen sein mussten, und entschied dort anzufangen. Wenn sie Glück hatte, war die Tür nicht verschlossen. Sie schlich um das Haus, packte den Türgriff und versuchte zu öffnen, aber es ging nicht. Sie sah sich nach einem anderen Eingang um, auf der Rückseite schien es nur ein einziges Fenster zu geben, auch dieses war vernagelt. Plötzlich hörte sie, dass sich drinnen jemand der Tür näherte, sie machte ein paar rasche Schritte zurück und versteckte sich hinter einer Mülltonne, jemand öffnete die Tür, es knirschte. Zwei Füße stellten sich ruhig auf die Holzplanken, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, obwohl es vermutlich nur wenige Sekunden dauerte. Dann machten die Füße kehrt und die Tür schloss sich knarrend. Amanda atmete auf, ihre Hände zitterten und ihr Herz schlug schneller als bei einer Trainingseinheit. Eigentlich wusste sie nicht, warum sie sich versteckte, warum klopfte sie nicht einfach an. Nach kurzem Überlegen ging sie zur Eingangstür an der Vorderseite. Es bestand zwar die Gefahr, dass Adnan sie entdeckte, aber das musste sie in Kauf nehmen. Sie klopfte laut, wartete, hörte Schritte im Inneren. Eine Luke wurde geöffnet und sie hörte eine hohe Männerstimme. Yes, can I help you? Amanda schluckte. Uh, yes, can I come inside, please? Sorry, no women. No women, why? Please leave, I cannot help you. But uh Die Luke schloss sich. Sie fluchte leise und entfernte sich ein Stück vom Haus, blieb stehen und blickte sich noch einmal um. Was zum Teufel ging dort drin vor? Prostitution lag auf der Hand nur für Männer. Eine merkwürdige Unruhe überfiel sie. Was machte Adnan da drin? Sie wandte sich um und ging zurück zum Tuktuk. -Tuk. Als sie den halben Weg zurückgelegt hatte, hörte sie die knarrende Tür. Jemand, den sie wiedererkannte, kam herausgerannt und beugte sich vor, wirkte, übergab sich. Sie eilte hinter ein Gebüsch, saß reglos dahinter, bis Adnan vorbeigegangen war. Sie war erleichtert, dass er sie nicht entdeckt hatte. Aber die Unruhe wollte nicht weichen. Was hatte er getan? Die ersten Sonnenstrahlen durchbrachen den morgendlichen Nebel, und die Hitze legte zu. Ein älterer Mann mit enger Badehose und nacktem Oberkörper lief in hohem Tempo an Amanda vorbei, es schmerzte überholt zu werden, aber der Alte beeindruckte sie auch. Sie hatte ihn praktisch jeden Morgen laufen sehen, er war sicherlich schon seit einigen Jahren in Pension. Als sie sich dem Hotel näherte, sah sie, dass Adnan auf einem weißen Plastikstuhl saß und auf sie wartete. Ich wollte dich nicht wecken. Macht das was? Nein, ich bin sowieso nicht in der Laune für Training. Er ging zu ihr und küsste sie auf den Mund. Hast du den Alten gesehen, der heute wieder gelaufen ist? Ja, hab ich. Wenn man in dem Alter mal so aussieht, kann man froh sein. Aber echt? Sie stellte ein Bein in den Sand und begann mit einer Dehnübung. Du, ich will ja nicht nerven. Aber wie war das denn, wo du gestern warst? Adnan zeichnete mit dem Fuß ein Muster in den Sand. Wir haben doch schon darüber geredet. Und wenn ich etwas sage, dann meine ich das auch so. Aber du kannst doch davon erzählen, oder? Hatte er mit einer anderen geschlafen, einer Prostituierten? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Darf ich das nicht selbst entscheiden? Sie konnte ihre Unruhe nicht mehr kontrollieren. Ich weiß, dass du stur bist, aber in diesem Fall ist es besser so. Ich werde das nicht machen und möchte nicht einmal darüber reden. Er fuhr leiser fort. Ich weiß nicht, was Vincent sich dabei denkt. Der Typ ist doch total geisteskrank. Sind es Huren? Sie musste es wissen. Frag nicht mehr. Ich werde so oder so nicht mit ihm arbeiten. Es spielt also keine Rolle. Vergiss es. Aber du schuldest ihm doch Geld. Ich weiß. Adnan sah grimmig drein. Das ist ja die Kacke. Am Abend packten sie ihre Koffer, weil sie am nächsten Morgen zeitig zum Flughafen mussten. Im Handumdrehen war die entspannte und kuschelige Stimmung der letzten zwei Wochen verschwunden. Adnan war genervt und wortkarg. Es machte ihm offensichtlich zu schaffen, in den rauen Stockholmer Alltag zurückkehren zu müssen. Und dazu mit einem Problem mehr, das auf ihm lastete. Vincent bonneröd Amanda wusste nicht, ob sie das gut oder schlecht fand. Eigentlich war es ja ihre Absicht, dass die Dinge in diese Richtung verliefen. Dass Adnan so sehr in Geldnot geriet, dass er einen Fehltritt beging. Dann würde sie da sein, ganz in seiner Nähe. Zugleich war er die wichtigste Verbindung zu Sanna. Sie brauchte ihn, um in Sannas ehemaligem Bekanntenkreis verkehren zu können. Dann war da aber noch etwas, das sie sich nicht richtig eingestehen wollte, etwas, mit dem sie sich jeden Tag herumschlug, in jeder Sekunde an seiner Seite. Seine enorme Anziehungskraft auf sie war nicht Teil des Plans gewesen. Sie versuchte das zu verdrängen und als einen notwendigen Aspekt ihres Schauspiels zu betrachten, aber ihr war klar, dass sie nicht nur spielte und verachtete sich selbst für ihre Schwäche. Sie wusste jedoch auch, dass ihr diese Schwäche am Ende nicht im Wege stehen durfte. Sie begriff, dass sie einen hohen Preis würde bezahlen müssen. Erster Advent. Heute habe ich die erste Kerze angezündet. Ich habe darüber nachgedacht, dass es sich normalerweise immer so gemütlich anfühlt, wenn Weihnachten naht. Aber zum ersten Mal empfinde ich das nicht so. Ich freue mich dieses Jahr überhaupt nicht auf Weihnachten nicht, wenn es so zwischen mir und Magnus steht. Er ist fast nie zu Hause, und wenn er da ist, dann ist er ständig sauer. Er hat viel Stress auf der Arbeit, sagt er, und vielleicht stimmt das auch. Bei der Frage, warum ich ihn nicht verlasse, lande ich immer wieder bei der gleichen Antwort. Wer wäre ich ohne Magnus? Aber in letzter Zeit habe ich mich über meine eigenen Gedanken gewundert. Ich freue mich auf den Tag, an dem Magnus nach Hause kommt und sieht, dass ich alle meine Sachen gepackt habe und ausgezogen bin. Ohne ihm etwas zu sagen. Aber das sind natürlich nur Fantasien, denn ich will ja, dass wir zusammenbleiben, dass es besser wird. Ich will, dass es so ist, wie es momentan manchmal ist, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und gut gelaunt ist. Dann sagt er mir, wie sehr er mich liebt. Und ich spüre, dass es wirklich so ist. Wir können einen ganzen Abend zusammensitzen und kuscheln und über alles reden. Er sorgt dafür, dass ich mich besonders fühle. Ich versuche mich zu erinnern, wie es am Anfang zwischen Magnus und mir war, als wir uns vor 16 Jahren kennengelernt haben. Er war so unglaublich charmant, machte seine Aufwartung mit Blumen und anderen Überraschungen. Ich war bis über beide Ohren verliebt und wir sahen uns in jeder freien Minute. Meine Freundinnen meinten, ich solle es ein wenig ruhiger angehen lassen, aber sie waren sicher nur eifersüchtig. Das sagte Magnus jedenfalls. Also hab ich sie immer weniger gesehen. Damals war mir das egal, denn ich hatte ja ihn. Und er war immer für mich da. Wenn ich mit jemandem in der Stadt ausging, bot er immer an, mich abzuholen. Ganz egal, wie spät in der Nacht es war. Aber mit der Zeit hatte ich keine Lust mehr, mit den anderen wegzugehen. Magnus fand, das sei unnötig. Ich hatte ja ihn. Ich frage mich, ob es zwischen uns wieder besser wird. Ich habe immer gehofft, dass er eines Tages aufhört mich zu schlagen, dass ich endlich die bin, die ich sein soll. Aber es passiert immer etwas, das alles zerstört. Ich habe mich entschieden, genau zu überlegen, was ich will. Mal sehen, ob ich zu einem Schluss gekommen bin, wenn ich das nächste Mal wieder schreibe. Es war eine Minute vor acht am Montagmorgen. Magnus saß am Konferenztisch im Polizeirevier und wartete, dass seine Männer zur Besprechung eintrudelten. Es war die beste Zeit am Tag, wenn alle versammelt waren. Hier wurde er bei allen Ermittlungen auf den neuesten Stand gebracht und erfuhr, ob neue Anzeigen eingegangen waren. Annette stieß als Letzte zur Gruppe, die Magnus heute auf 16 Mann bezifferte. Sie kam mit einem übervollen Teller mit Müsli und Obst herein, Sie hatte gemeint, dass sie ständig etwas essen musste, damit ihr nicht schlecht wurde. Magnus dachte, dass es eigentlich umgekehrt sein müsste, mischte sich aber nicht ein. Mit schwangeren Frauenzimmern legte man sich lieber nicht an. Guten Morgen, liebe Kollegen. Magnus Stimme unterbrach das Gemurmel der anderen. Ich hoffe, ihr hattet ein ähnlich schönes Wochenende wie ich. Lasst uns als erstes die Liste derer durchgehen, die sich bei uns beworben haben. Wir werden vier Leute anstellen dürfen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, wer mit euch arbeiten wird. Er präsentierte die elf Bewerbungsschreiben, die geschickt worden waren, und rund um den Tisch wurde eifrig diskutiert, wer am besten geeignet wäre. Magnus fand es richtig, seine Männer in die Entscheidung einzubeziehen. Dann fühlten sie sich ernst genommen. Zugleich war die Auswahl wasserdicht. Er konnte es sich nicht leisten, Geld für Fehlbesetzungen zum Fenster hinauszuwerfen. Eine halbe Stunde später hatte Magnus sechs Bewerbungen auf einem Stapel gesammelt, der gemeinsam bestimmten Reihenfolge nachgeordnet. Die zwei untersten waren Nachrücker. Gut, sind alle damit einverstanden? Annette schluckte den letzten Bissen hinunter und öffnete den Mund. Ich finde, dass Sophia total gut ist, aber das habe ich ja schon gesagt. Sie würde perfekt für diesen Posten passen. Ich verstehe wirklich nicht, warum sie nicht in der Auswahl ist. Magnus seufzte. Annette hatte während der gesamten Diskussion mit dieser Sophia genervt. Sie ist bestimmt auch hervorragend, aber im Vergleich mit den anderen kann sie nicht mithalten. Sicher kann sie das. Nichts gegen David beispielsweise, aber er ist erst seit einem Jahr im Dienst und hat keinerlei Erfahrung. Sophia wird nächstes Jahr Inspektorin, war öfter schon Einsatzleiterin und hat mehrere Jahre bei der Kripo gearbeitet. Da verstehe ich nicht, wie du zu dem Schluss kommst, dass sie weniger kompetent ist als David. In meinen Augen hat David eine verdammt gute Spürnase, und er ist neu und hungrig. Wir werden ihn problemlos formen können, damit er in unsere Gruppe passt. Bei Sophia dürfte das schwieriger werden. Sie ist schon vorgeprägt von der Kripo. Außerdem kriegt sie bestimmt bald Kinder, und dann verschwindet sie für ein paar Jahre. Er biss sich auf die Lippen, nachdem er das gesagt hatte. Ich verstehe. Mehr sagte sie nicht. Magnus wusste, dass er in ein Fettnäpfchen getreten war, aber es war ihm egal. Das waren Fakten. Nur traute sich niemand etwas gegen dieses gleichberechtigungstamtam zu sagen. Die Stimmung am Tisch wurde ein wenig steifer. Erik nahm schließlich den Faden wieder auf. »Ich habe hier die Liste der Anzeigen, die übers Wochenende reingekommen sind.« Er las die Anzeigen vor, um sie in der Gruppe zu verteilen. »Hier haben wir die Vergewaltigung einer Minderjährigen. Ein Junge namens Samir Nassimi soll ein 14-jähriges Mädchen namens Sarah Nylander vergewaltigt haben.« Magnus horchte auf. Erik erklärte Offenbar stammt die Anzeige von der Mutter, es scheint also eine klassische, freiwillige Vergewaltigung zu sein. Erik malte Anführungszeichen in die Luft, als er das Wort freiwillig sagte. Bei der sich die Eltern aufregen, weil sie ihre pubertierende Tochter nicht im Zaum halten können. Magnus schaltete sich ein. Ja, ja, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ich übernehme das. Er streckte die Hand nach dem Papier aus. Erik blickte ihn verwundert an. Du willst das übernehmen? Ja, es lange her, dass ich eine Vergewaltigung hatte. Er winkte mit dem Finger, um Erik klarzumachen, dass er ihm die Akte geben sollte. Du kannst mich für die Vernehmung eintragen, dann helfe ich mit. Annette blickte zu Erik. Dieser nickte. Magnus protestierte: Nein, kein Problem. Ich kann das allein machen. Aber wir sollen doch immer zu zweit an einem Fall arbeiten, falls einer mal ausfällt. Dass dieses Weib nicht nachlassen konnte, leider hatte sie recht, und Magnus selbst hatte diese Arbeitsmethode eingeführt. Gut, antwortete er schließlich. Er sagte sich, dass Annette die Vernehmung des Mädchens übernehmen konnte, dann sparte er sich diesen Teil. Sture Teenager waren in der Lage, eine anstrengende Szene zu veranstalten, wenn man sie unter Druck setzte. Nachdem Erik alle Anzeigen verteilt hatte, beendete Magnus die Besprechung und alle gingen an die Arbeit. Magnus setzte sich an seinen Schreibtisch und las die Anzeige in Ruhe durch. Orsa Nylander kam zum Polizeirevier Solna, um zu melden, dass ihre Tochter Sarah Nylander vergewaltigt wurde. Vorwurf? Samir Nassimi wird der Vergewaltigung einer Minderjährigen verdächtigt. Er soll mehrmals Geschlechtsverkehr mit der 14 Jahre alten Sarah Nylander gehabt haben. Der Geschlechtsverkehr hat sich an mehreren Orten im Zeitraum September bis November dieses Jahres ereignet. Hintergrund, Samir Nassimi ist 17 Jahre alt. Laut Außer Nylander ist Sarah seit einigen Monaten mit Samir zusammen und Sarah hat ihrer Mutter erzählt, dass sie freiwillig Sex hatten. Außer kann nicht genau sagen, wo und wann dies geschehen ist. Die Anzeige war sehr knapp gefasst, aber das reichte Magnus trotzdem. Er war ein Genie suchte die Nummer von Pontus Klinghammer hervor, dem Jugendstaatsanwalt. Als Klinghammer abhob, plauderten sie eine Weile, bis Magnus den Fall ansprach. Pontus gab ihm die Anweisung, die er erwartet hatte. Sie sollten die Klägerin vernehmen und dann Pontus benachrichtigen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Magnus legte auf und ging zu Annette rüber, sie mampfte gerade einen Apfel, während sie mit ihren klebrigen Fingern auf der Tastatur herumhakte. Annette, ich möchte, dass du heute Sarah Nylander verhörst, damit wir mit dem Fall weiterkommen. Heute? Aber ich habe alle Hände voll zu tun mit dem Überfall auf den op supermarkt Da soll Strafantrag gestellt werden. Lass dir von jemandem helfen. Wir müssen heute die Vernehmung durchziehen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Magnus sah nicht ein, warum er auf wertvolle Infos von dem kleinen Samir verzichten sollte, nur weil die trächtige Annette so viel Hunger hatte. Jetzt, da Amanda ohne Wohnung war, wusste er nicht, wo sich Adnan aufhielt. Die Wohnung in Tainster wirkte kalt. So oft er konnte, war Magnus dort vorbeigefahren und hatte nachgesehen. Und er hatte gehört, dass Amanda aus Sicherheitsgründen eine Vergnügungsreise spendiert bekommen hatte. Ob sie sich wohl oben ohne sonnte? Am Nachmittag kam Annette zu Magnus und legte ein drei Seiten langes Vernehmungsprotokoll auf seinen Schreibtisch. Das Papier war noch warm vom Drucker, als er es durchlas. Er sah sofort, dass das Mädchen überhaupt nicht der Meinung war, vergewaltigt worden zu sein, aber das Wichtigste stand drin. Sie gab zu, dass sie fünfmal miteinander Sex gehabt hatten, und sie sagte, dass Samir wusste, wie alt sie war. Magnus rief Pontus Klinghammer an, um ihn über die Aussage in Kenntnis zu setzen, dabei machte er Klinghammer deutlich, dass die Angelegenheit wie eine ganz normale Vergewaltigung zu betrachten sei. Schließlich ist sie erst vierzehn. Wir müssen das volle Programm fahren, um nicht wichtige Informationen zu verpassen, falls ich zeigen sollte, dass es ganz anders ist. Vielleicht hat sie Todesangst vor dem Kerl. Ja, aber hast du nicht eine Tochter im selben Alter, Klinghammer? Die letzte Frage vernichtete Klinghammers sonst so gut entwickelte Fähigkeit, objektiv zu sein. Wieder bekam Magnus die Anweisungen, die er haben wollte. Haftbefehl für Samir Nassimi, Hausdurchsuchung in der Wohnung, beschränkt auf Samirs Zimmer und die gemeinsam mit der Familie genutzte Fläche. Freie Fahrt und Vollgas für Magnus. Adnan gähnte und öffnete die Fahrertür, um seine Beine durchzustrecken. Er saß wieder in Hosseins Hyundai auf Beobachtungsposten, aber nicht wegen eines möglichen Überfalls, sondern wegen seiner Freundin. Das Radio hatte er absichtlich aus, er hatte keine Lust auf Musik und schon gar nicht auf irgendwelche überdrehte Morgenmoderatoren. Vinzenz' Stimme hallte noch ausreichend in seinem Kopf wieder. Du bist ein richtiger Loser, weißt du das? Du kapierst ja nicht mal, dass deine kleine Prinzessin bei der Bullerei ist. Was? Adnan hatte laut losgelacht. Du fixst eine Bullenhure. Ist das so schwer zu kapieren? Glaubst du, sie trifft dich, weil sie verliebt ist? Du bist ja so ein bescheuerter Romantiker. Adnan hatte in Vincents arrogante Fresse gestarrt, um ein Zeichen zu entdecken, dass er log. Aber die angespannte Körperhaltung verriet ihm, dass er sich nicht täuschte. Vincent war auf dem Kriegspfad, seit ihm klar geworden war, dass Adnan nicht für ihn arbeiten wollte, und das war seine Art, es ihm heimzuzahlen. Die Information hatte ihn wie ein Peitschenhieb getroffen, aber er war nicht gebunden. Er war nicht Vincents Nutte. Er drehte sich um und ging ruhig davon. Hinter sich hörte er Vincent brüllen, wie kannst du es wagen, mich hier stehen zu lassen? Vincents Gebrüll wiederholte sich in Adnans Kopf, während er vor Amandas Wohnung hockte und darauf wartete, dass sie herauskam und zur Arbeit fuhr. Wie kannst du es wagen? In diesem Moment wagte Adnan alles. Es war ihm scheißegal, was passierte. Er schiss auf Vincent, schiss auf die Jugos, schiss auf Amanda, schiss auf alle, die ihn in den Arsch ficken wollten. Jetzt war es an der Zeit, wieder ans Tageslicht zu treten. Er war Adnan Nassimi. In der vergangenen Nacht hatte er gegrübelt, was er tun sollte. Er hatte sie auf dem abgenutzten weißen Ledersofa verbracht. Seine Eltern waren überglücklich gewesen, als er gekommen war, aber Hosseins gerunzelte Stirn verriet auch seine Enttäuschung. Er hatte allerdings nichts gesagt. Adnans Mutter ging es inzwischen besser, und sie nahm irgendeine Medizin. Samir war später am Abend gekommen, er war wohl unterwegs gewesen und hatte sich mit einem Mädchen getroffen. Adnan fand, dass Samir anders aussah, der jungenhaft naive Blick war durch etwas anderes ersetzt worden. Vermutlich lag es an dem Mädchen. Sie hatten ausgemacht, sich morgen ausführlicher zu unterhalten, im Moment hatte Adnan zu viel Mist im Kopf, er hatte nicht die Kraft, seinem kleinen Bruder zu erklären, warum er untergetaucht war. Die Nacht war eine Tortur gewesen, kaum hatte er es mal geschafft einzuschlafen, wachte er wieder auf und bildete sich ein, dass jemand mit erhobenem Messer über ihm stand. Dann folgten die Gedanken an Amanda, die einzige Frau, für die er je ernsthafte Gefühle gehabt hatte. Er hatte gedacht, es sei tatsächlich Ernst zwischen ihnen. Welche Art von Bulle war sie eigentlich, wenn sie auf diese Weise ein Milieu infiltrierte? Ging die Polizei tatsächlich so weit, nur um ihn wieder einzubuchten? Er fragte sich, wie sie wissen konnten, dass er wieder ein Ding drehen wollte. Hatten sie ihn in der Chistergalleria beobachtet, als er über den Geldtransport Erkundigungen eingezogen hatte? Zwischendurch sagte er sich, dass Vincent vielleicht nicht recht hatte, aber ihm war bewusst, dass es nicht so war. Vincent würde niemals lügen, wenn ihm das auf längere Sicht keinen Gewinn brachte. Adnan hasste dieses Aas und war froh, dass er ausgestiegen war. Er würde sich selbst die Kohle beschaffen. Er würde diesen Geldtransporter ausrauben. Genau das würde er machen. Die halbe Vorarbeit war bereits erledigt und er kannte die Abläufe der Sicherheitsleute am Geldschrank. Die Krux war nur, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten kamen und die größte Frage blieb, wen sollte er als Kompagnon dabei haben? Als er das letzte Mal zur Uhr gesehen hatte, war es kurz nach vier Uhr morgens gewesen. Beim nächsten Aufwachen war es fünf und er hatte den Versuch aufgegeben, noch mehr zu schlafen. So oder so musste er los, um vor Amandas Wohnung zu stehen, bevor sie wegfuhr. Aber wohl nicht nach Orlanda zum Flughafen, wie er die ganze Zeit über geglaubt hatte. In welchem Polizeirevier arbeitete sie? Als Adnan sah, wie Amanda aus ihrem Haus kam und in ihrem Wagen davonfuhr, folgte er ihr. Er ließ einen extra großen Abstand, damit sie ihn nicht sehen konnte. Sie wirkte gestresst, wie immer, wenn sie zur Arbeit musste. Adnan hatte stets gescherzt, dass es keine gute Idee sei, zu spät zu kommen und dann auf das startende Flugzeug zu springen. Ein schweres Gewicht legte sich auf seine Brust, als er an ihre Antwort und das damit verbundene Lächeln dachte, ein Lächeln, das eine reine Lüge gewesen war. Sie hatte ihm am Vorabend mehrere SMS geschickt und ein paar Mal angerufen, aber er hatte nicht reagiert, wusste nicht, was er sagen sollte, er hatte nicht vor, ihr seine Erniedrigung zu zeigen. Amanda fuhr am Torje vorbei und weiter auf dem Sollnerwagen. Es war kurz nach sechs, aber es herrschte bereits viel Verkehr, was Adnan sehr gelegen kam. Hinter dem Sollner Einkaufszentrum sah er, wie Amanda rechts blinkte und an der Ampel neben der Shelltankstelle hielt. Er tat es ihr gleich. Seine Hände zitterten. Als Amanda auf den Parkplatz neben dem Polizeirevier von bog fuhr Adnan geradeaus weiter. Er schlug auf das Lenkrad und fluchte laut. War sie sogar da gewesen, als dieser Suffkopf ihn vernommen hatte? Er fühlte sich leer, zugleich kochte die Wut hoch. Wie hatte er sich nur so täuschen lassen von den Bullen? Er fuhr weiter durch den morgendlichen Verkehr, ohne die anderen Autos richtig wahrzunehmen, die plötzliche Bestätigung schockte ihn mehr als ein Tritt in die Eier, und er wusste nur eines, jetzt stand er gegen den Rest der Welt. Als er zurück in Tainster die Haustür öffnete, merkte er sofort, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Aufgeregte Stimmen drangen durch die Wände und wurden durch das Echo in dem kahlen Treppenhaus verstärkt. Adnan raste die vier Stockwerke zur Wohnung in wenigen Sekunden hoch, diesmal würden die Jugoschweine nicht ohne Widerstand davonkommen. Er riss die Tür auf und stampfte in die Wohnung, auf Krieg gepolt. Der erste, der ihm im Weg stand, landete kopfüber im Schuhregal, er walzte auf das nächste Ziel zu, einen blonden Typen mit weit aufgerissenen Augen und roter Windjacke, hörte Hosseins Schreie Nein, nein, nein. Dann spürte er den vertrauten Schmerz in den Augen, wie kleine Nägel, die seine Netzhaut zerstachen. Er versuchte etwas zu erkennen, aber das war unmöglich, alles vermischte sich zu einem einzigen Brei. Beruhige dich verdammt. brüllte eine hohe Stimme, die trotzdem einem Mann zu gehören schien. Mehrere andere Stimmen riefen verschiedene Sachen wie Leg dich hin, zeig deine Hände, geh zurück. Diesmal begriff Adnan schneller als beim letzten Mal. Ich habe keine Waffe. Das ist ein Missverständnis. Ich dachte, ihr wärt jemand anderes. Seine Augen brannten. Leg dich auf den Boden, Hände auf den Rücken. Adnan gehorchte und etwas Kaltes und Hartes umschloss seine Handgelenke. Wer bist du? Ich wohne hier. Dann bist du Adnan, vermute ich. Was wollt ihr? Sie wollen Samir holen. Adnan hörte die verzweifelte Stimme seiner Mutter, die mit großer Mühe die Worte hervorstieß. Sie sagen, dass er ein Mädchen vergewaltigt hat. Das war Hosseins Stimme. Soll das ein Witz sein? Adnan war erleichtert. Er wusste, dass das nicht stimmen konnte. Ihm war klar, dass sich die Angelegenheit irgendwie lösen würde. Die autoritäre Stimme fuhr fort Vorläufig steht er nur in Verdacht. Ob er schuldig ist, das werden die Ermittlungen zeigen. Aber wir haben einen Haftbefehl gegen ihn und einen Durchsuchungsbefehl. Und Adnan, du bist auch festgenommen wegen Gewalt gegen einen Beamten. Aber ich habe doch gesagt, dass ich euch verwechselt habe. Kapiert ihr das nicht? Ich höre sehr wohl, was du sagst. Aber du kommst mit aufs Revier und dort kannst du deine Version erzählen. Adnan erstickte seinen Zorn in dem harten, muffigen Flurteppich. Trotz der absurden Situation lag dieser Teppich nicht schon so lange da, wie er denken konnte. Vermutlich sein ganzes Leben lang. Er verzichtete auf weiteren Protest. Wusste, dass die Bullen sowieso ihren Willen durchsetzen würden. So war es immer. Sie nutzten jede Chance, ihn zu ficken. Zwei von ihnen halfen Adnan auf und setzten ihn auf einen Küchenstuhl, dort musste er warten, ohne zu wissen, auf was eigentlich. Die Handschellen schnitten in die Haut, und er versuchte die Arme zu bewegen, um die Schmerzen zu lindern. Das Schlimmste waren so oder so die Vorwürfe gegen Samir, seinen braven kleinen Bruder. Wie zur Hölle konnten sie denken, dass er ein Mädchen vergewaltigt hatte? Samir, das weiße Schaf der Familie, den seine Mutter vergötterte, auf den Hossi ihn so stolz war. Die Bullen machten einen Fehler. Das würden sie bald merken. Seine Eltern mussten ebenfalls in der Küche warten. Dem Gespräch konnte Adnan entnehmen, dass sein Bruder im Wohnzimmer saß. Adnan fand es seltsam, dass er bis jetzt von Samir noch nichts gehört oder gesehen hatte. Nachdem sie bestimmt zwanzig Minuten in der Küche gehockt hatten, kam der Bulle mit der autoritären Stimme und meinte, es sei Zeit zu fahren. Er nahm Adnan am Arm. Als sie am Wohnzimmer vorbeigingen, erblickte Adnan zum ersten Mal seinen Bruder. Samir saß stocksteif auf dem Sofa, kreideweiß im Gesicht und mit leerem Blick. sah aus, als befände er sich auf einem anderen Planeten. Zwar wurde er einer Vergewaltigung bezichtigt, aber Adnan hatte nicht erwartet, ihn so erstarrt zu sehen und hatte er nicht auch einen dunklen Fleck auf der Innenseite von Samias Hose ausgemacht? Im Flur wurde Adnan an zwei uniformierte übergeben, die gerade angekommen waren, der Transport. Darauf hatte er also gewartet. Zwei Beamtinnen, eine davon breit gebaut und klein, sie packte seinen Arm. Als ihn die zweite Polizistin auf der anderen Seite ergriff, sog er den Duft von Gucci Rush ein. Amanda verwendete immer dieses Parfüm, offenbar auch bei der Arbeit. Er schwieg, tat als wäre nichts, ließ sich ruhig zum Auto führen und stieg ein. Die kleine Polizistin setzte sich neben ihn, half ihm sogar mit dem Gurt, da er Handschellen trug. Amanda setzte sich ans Steuer und redete mit jemandem über Funk. Zwei plus eins zum Revier, over. Verstanden, over. Als Amanda das Mikrofon zurücklegte, trafen sich ihre Blicke im Rückspiegel. Abnan wusste nicht, was genau er sah. Wollte sie etwas sagen? Wollte sie ihm eine Erklärung geben, oder war es abscheu in ihrem Blick? Er wusste es nicht. Er wusste verflucht noch mal gar nichts. Nur, dass er sich noch nie so erniedrigt gefühlt hatte wie in diesem Moment, total getäuscht, betrogen. Er rieb die Nase an seiner Schulter, um den Rotz fortzukriegen, der noch immer aus seinen Nasenlöchern ran. Nach ihrer Schicht fuhr Amanda geradewegs nach Hause in ihre frisch renovierte Wohnung. Es hatte etwa einen Monat gedauert, sie wieder bewohnbar zu machen, und jetzt war sie hübscher denn je, mit frisch gestrichenen weißen Wänden und dunklem Parkettboden. Sie hatte alle Möbel wegwerfen müssen, was nicht verbrannt war, hatte Rauchschäden davongetragen. Die Versicherung hatte einen Teil erstattet, aber das deckte bei weitem nicht alles ab, was sie kaufen musste. Die heutige Schicht war, gelinde gesagt, merkwürdig gewesen, aber ihr war alles klar geworden, als sie Adnan in diesem Flur gesehen hatte, hatte begriffen, dass er Bescheid wusste. Eigentlich hatte sie es bereits am Abend zuvor geahnt, als er nicht wie ausgemacht zu ihr nach Hause gekommen war, und er hatte auf ihre Anrufe und SMS nicht reagiert. Vermutlich hatte er es aus der Zeitung erfahren, Sie hatte die Überschriften gesehen, als sie gelandet waren, die Geschichte hatte noch einmal Fahrt aufgenommen, nachdem durchgesickert war, dass sie als Polizistin arbeitete. Verschiedene Journalisten und Politiker debattierten darüber, welche Risiken der Polizistenberuf mit sich brachte und welchen Schutz ein Beamter nach solch einem Vorfall bekommen sollte. Sie fragte sich, was Adnan dachte. Hasste er sie jetzt? Ihr war von Anfang an klar gewesen, dass dieser Moment kommen musste, das war sogar Teil ihres Plans gewesen. Aber es war viel früher geschehen, als sie gedacht hatte. Nun würde sie ohne Adnans Hilfe weitersuchen müssen, ohne seine Nähe. Das schmerzte mehr, als sie erwartet hatte. Die Ereignisse des Tages hatten immerhin eine Sache bestätigt. Magnus hatte wie gewünscht den Köder geschluckt. Es war kein Zufall, dass Adnans Bruder auf einmal einer Vergewaltigung verdächtigt und von Magnus Truppe geholt wurde. Ihre Einschätzung zu Magnus' Eifersucht war korrekt gewesen. Eine SMS hatte ausgereicht, um die Lawine loszutreten. Aber dass er nichts unversucht ließ, um Adnan dingfest zu machen, überstieg doch ihre Erwartungen. Es gab scheinbar etwas, das Amanda nicht sah. Etwas, das Magnus so in die Verzweiflung trieb, dass er alles tat, um Samir an sich zu binden. Ihre Gedanken wurden vom schrillen Läuten der Türklingel unterbrochen. Vicky hatte Amanda im Laufe des Abends eine SMS geschickt und gefragt, ob sie nach dem Training vorbeischauen könne. Amanda war froh über diesen Vorschlag, denn so konnte sie es vermeiden, nur da zu sitzen und über alles nachzugrübeln. Wie schön es bei dir wieder geworden ist. Hätte man echt nicht gedacht, so wie es hier ausgesehen hat. Vicky saß Amanda am Küchentisch gegenüber, die Haare zu einem verschwitzten Zopf hochgebunden. Sie hatte nicht geduscht und hatte immer noch ganz rote Wangen. Stimmt, die Handwerker haben richtig gute Arbeit geleistet, aber ich brauche noch ein paar Möbel. Ja, aber das kriegst du hin. Hast du was Neues gehört über mögliche Täter? Nein. Und du? Nein. Vicky zögerte ein wenig, dann fuhr sie fort: Du fasst das jetzt nicht falsch auf, aber ich habe gehört, dass die Leute sich einiges über dich erzählen. Aha, was sagen Sie denn? Dass du mit einem Garnoven zusammen bist. Amanda lachte. Wo hast du das denn gehört? Vicky holte tief Luft. Ich sag dir das jetzt vertraulich, weil ich mir Sorgen um dich mache. Petter hat mich gefragt, was ich über dich weiß. Du weißt schon, dieser Petter, den wir im Kraftraum getroffen haben. Amanda wusste, wen Vicky meinte. Schönling Petter. Nova Petter. Petter, der im Bonobo aufgetaucht war. Er hat erzählt, dass sie einen Typen überwacht haben, der früher für ein paar Jugoslawen Stoff verkauft hat. Hinter dem sind sie jetzt her. Und dann war derselbe Typ in diese Schießerei in Hüsbü verwickelt, wo vermutet wird, dass die Jugoslawen dahinter stecken. Vicky blickte Amanda an, als erwarte sie eine Reaktion. Dann haben sie diesen Typen mehrmals in dein Haus gehen sehen. Adnan, heißt er. Dann stimmt es also? Vicky sah bestürzt aus. Vicky. Was ich dir jetzt sagen werde, bleibt unter uns, klar? Vicky nickte. Du weißt, dass ich eine Schwester hatte, die sich vor ein paar Jahren das Leben genommen hat. Ja? Ich habe herausgefunden, wer ihr damals Drogen verkauft hat. Und? Adnan Nassimi. Ich habe ihn getroffen. Vicky starrte sie mit offenem Mund an. Hast du sie noch alle? Was willst du damit erreichen? Ich hatte gedacht, ich könnte ihn irgendwie dran kriegen, wenn er etwas verkauft oder so. Aber es hat sich herausgestellt, dass er damit aufgehört hat. Adnan sollte den Jugoslawen, die du erwähnt hast, Geld übergeben, das er ihnen schuldete. Da hat Fatos Bilebegovic auf diesen Hajir geschossen. Du solltest das den Ermittlern sagen? Noch nicht. Ich will, dass Adnan unter Druck gerät. Dann muss er sich irgendwie mehr Geld beschaffen. Und zwar nicht durch ehrliche Arbeit, meinst du? Genau. Oh mein Gott, dann willst du ihn also beobachten, bis er einen Fehler macht. Vicky hatte beide Hände in die Hüfte gestemmt und sah sehr polizeilich aus, obwohl sie in verschwitzten Trainingssachen dahockte. So war's gedacht. Aber daraus wird nichts, weil wir uns nicht mehr sehen. Und warum nicht? Amanda schluckte. Er hat herausgekriegt, dass ich Polizistin bin. Vicky beugte sich über den Tisch. Menschenskind, das ist lebensgefährlich. Er könnte dir was antun. Das würde er niemals machen. Woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Aber deine Wohnung wurde ja in die Luft gejagt. Das muss mit all dem zu tun haben. Genau wie Petter meinte. Sie lehnte sich wieder zurück. Die Falte auf ihrer Stirn war tiefer als sonst. Er denkt, dass du viel mehr weißt, als du sagst. Und da hat er ja recht. Ja und nein. Ich weiß nicht, wer es getan hat, aber Milorad Kraljewicz dürfte der wahrscheinlichste Kandidat sein. Dir ist schon klar, wie gefährlich dieser Mann ist. Ja, aber es ist anzunehmen, dass sie in Wirklichkeit hinter Adnan her waren. Geholfen hat dir das in dem Moment nicht, oder? Stimmt, aber jetzt sieht die Lage anders aus. Vicky sah auf einmal aus, als wäre ihr die wichtigste Frage von allen eingefallen. Hast du mit ihm geschlafen? Sie blickte Amanda herausfordernd an. Das hast du, oder nicht? Amanda nickte. Oh mein Gott! Vicky schüttelte den Kopf. War er gut? Amanda kam um ein Lächeln nicht herum. Ah, ja, dann hast du es wenigstens nicht umsonst gemacht, sagte Vicky. Absolut nicht. Sie lachten. Dann wurde Vicky kurz still, als suche sie nach den richtigen Worten. Bist du verliebt? Verliebt? Das Wort klang seltsam in Amandas Ohren, sie hatte den Gedanken bislang scheinbar verdrängt. Ja, er sieht ziemlich gut aus, und er war viel netter, als ich gedacht hätte. Aber du weißt ja, auf was ich stehe. Amanda wusste, dass ihre Antwort so unentschlossen klang, wie sie sich fühlte. Du bist verliebt. Nein, ich bin nicht verliebt. Ich entscheide selbst, in wen ich mich verliebe, und das ist ganz bestimmt kein Gangster. Du bist verliebt und du hast dir ein verdammt großes Problem aufgehalst. Amanda wusste, dass Vicky recht hatte. Sie hatte es bereits beim ersten Treffen geahnt, im Supermarkt. Vicky war ihre engste Freundin in Stockholm und sie wusste, dass sie sich auf sie verlassen konnte. Bis zu einer gewissen Grenze. Die Magnus-Geschichte und ihre Pläne dazu behielt sie für sich. Zu Beginn war es ein natürlicher Teil des Trauerprozesses gewesen, zu versuchen, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, aber irgendwann im Laufe der Zeit hatte Amanda gemerkt, dass sie es genoss. Sie genoss es, andere so zu manipulieren, dass sie nach ihrer Pfeife tanzten, sich in sie hineinzuversetzen und zu wissen, dass sie alles steuerte. Jetzt, wo sie so weit gekommen war, dachte sie nicht daran, einfach aufzugeben, nur weil Adnan sie entlarvt hatte oder weil die Kollegen ihr auf der Spur waren. Es würde nur noch interessanter werden. Eine Reihe von Ideen nahm bereits Form an. Sie sah Vicky ernst an. Was hast du Petter gesagt, als er dich ausgefragt hat? Nichts. Ich wusste ja nichts, also habe ich gesagt, dass das unmöglich stimmen könne. Ich meinte, dass wir über alles reden und ich auf jeden Fall Bescheid wüsste. Und was meinte er dazu? Dass sie sich ihrer Sache sehr sicher seien. Dass zu viele Ereignisse übereinstimmten und es kein Zufall sein könne. Ich hatte den Eindruck, dass sie irgendwas gegen dich unternehmen wollen, aber noch nicht genügend Beweise haben. Die können mich doch nicht wegen der Wahl meines Freundes rausschmeißen. Nein, aber du weißt ja, wie es in unserem Laden funktioniert. Wenn man jemanden loswerden möchte, mobbt man ihn raus. Du kannst versetzt werden, du kriegst den Posten nicht, für den du dich bewirbst. Naja, du weißt ja selber. Vielleicht lande ich ja in der Asservatenkammer. Amanda lachte. Ja, aber ernsthaft, deshalb habe ich mir auch Sorgen um dich gemacht. Andere wurden schon für weniger als das degradiert. Ich bin dir echt dankbar. Aber du brauchst dir wegen mir keinen Kopf zu machen. Ich weiß, wie ich das angehen werde. Wie denn? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Hallo, liebes Tagebuch. Es ist so schön, dass ich mich dir anvertrauen kann. Ich kann dir alles erzählen und weiß, dass du mich nicht verurteilst. Heute sind meine Arbeitskollegen auf der Weihnachtsfeier. Sie haben gefragt, warum ich nicht mitkomme. Eigentlich wäre es toll gewesen. Sie wollten zum Schloss Ulrichsdahl. Dort soll das Essen wunderbar sein. Aber es ist besser, ich bleibe zu Hause. Ich möchte nicht schon wieder Streit. Joachim hat mehrmals gefragt, ob ich nicht doch komme. Warum er das wohl macht? Joachim ist sehr nett, er will immer wissen, wie es mir geht und alles. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen anstrengend, wenn er so viel fragt, zum Beispiel als er wissen wollte, woher ich die blauen Flecken hatte. Ich dachte, ich hätte sie ausreichend überschminkt, aber anscheinend waren sie trotzdem noch zu sehen. Ich habe ihm gesagt, dass ich auf einen Rechen getreten bin und mich der Stiel ins Gesicht getroffen hat. Das ist mir wirklich mal passiert vor langer Zeit. Ich habe gemerkt, dass er mir nicht glaubte, aber er hat nichts mehr dazu gesagt. Jetzt bereue ich nicht mit zur Weihnachtsfeier gegangen zu sein. Magnus hockt den ganzen Abend in seinem Zimmer. Es wäre ihm sicher nicht aufgefallen, wenn ich nicht da gewesen wäre. In letzter Zeit verkriecht er sich ständig da drin, in seinem Privatbüro, wie er es nennt. Arbeitet an speziellen Ermittlungen, sagt er. Ich will ihn nicht fragen. Er war ein paar Tage lang ziemlich ruhig. Ich habe viel darüber nachgedacht, was ich will. Wenn ich wählen dürfte, würde ich von Magnus wegziehen. Aber wie sollte ich das tun? Wie sollte ich ihm sagen, dass ich nicht mehr mit ihm leben will? Manchmal wünsche ich mir, dass etwas passiert, etwas, das dafür sorgt, dass wir nicht mehr miteinander leben können, ohne dass ich es entscheiden muss. Manchmal wünsche ich mir wirklich, dass er stirbt, dass er bei einem Autounfall umkommt oder so etwas. Ich fühle mich furchtbar, wenn ich so etwas denke und bereue es sofort. Das sind schreckliche Gedanken. Aber ich kann nicht aufhören, mir vorzustellen, wie mein Leben dann aussehen würde. Ermittlungsbericht. Zum oben genannten Datum führten ich, Inspektor P. Nordlund und Polizeianwärter O. Möller eine Routinekontrolle im Club Bonobo durch. In diesem Zusammenhang bemerkte ich, Inspektor P. Nordlund, dass sich Adnan Nasimi dort aufhielt. Nasimi ist Nova registriert und steht im Verdacht mit der jugoslawischen Mafia, um Milorad Kraljewicz zusammenzuarbeiten. Nasimi wurde dabei beobachtet, wie er eine Zeit lang mit dem Eigentümer des Clubs redete, Vincent Bonnerüt, einem der mutmaßlichen Kontaktmänner von Kraljewitz im Drogenhandel. Zudem wurde Nasimi mit einer blonden Frau gesehen, die möglicherweise seine Freundin ist. Magnus dachte kurz über die Informationen nach, die er soeben gelesen hatte, war das gut oder schlecht? Er trommelte mit den Fingern auf den Schreibtisch. Die Nova-Leute waren Adnan und Amanda auf der Spur, so oder so. Dagegen konnte er nichts machen. Also war er gezwungen, die Lage irgendwie zu nutzen. Er verfluchte sich selbst, weil er die Ermittlungsberichte in letzter Zeit nicht fleißiger gelesen hatte. Das hier war über einen Monat her. Wenn er sich nicht täuschte, an dem Abend geschrieben, an dem das Attentat auf Amandas Wohnung verübt worden war, hatte Nova gleichzeitig mit ihm Amandas Haus überwacht? Aus den Augenwinkeln sah er Erik kommen. Ich habe gerade Samir vernommen, dann ist der Verteidiger also doch noch aufgetaucht? Ja. Er hatte den ganzen Tag über Verhandlungen am Gericht, da war er nicht gerade begeistert, den Abend hier verbringen zu müssen. Wie ist es gelaufen? Ich rufe noch den Staatsanwalt an, aber ich selber sehe keinen Sinn darin, Samia länger schmoren zu lassen. Was er sagt, stimmt vollkommen mit den Aussagen des Mädchens überein. Und wir haben die Hausdurchsuchung gemacht, wie verlangt. Erik schüttelte den Kopf. Ich hasse diese Fälle. Der Staatsanwalt könnte das doch sofort zu den Akten legen, wenn es so offensichtlich ist. Der Arm ist jetzt für den Rest seines Lebens abgestempelt. Finde ich auch. Noch dazu kostet es uns eine Menge Ressourcen. Aber im Gesetz steht, was da steht, und wir sind die Huren der Staatsanwälte. Ja, leider. Aber die ganze Sache ist doch reichlich unglücklich gelaufen, das ganze Theater bei der Hausdurchsuchung, nur weil der Kerl seine Unschuld verloren hat. Magnus hatte auf dem Arrestblatt gelesen, dass Amanda ihren Liebsten abtransportiert hatte. Was hätte er nicht gegeben, um das sehen zu können? Er schaute zu Edik und versuchte, seine Begeisterung zu verbergen. Ja, aber das ist eine Geschichte für sich. Wir gehen das morgen bei der Besprechung durch, wenn alle versammelt sind. Stimmt. Wir müssen vermeiden, dass sich in der Truppe eine miese Stimmung breitmacht. Ich werde mich darum kümmern. Ruf den Staatsanwalt an. Danach kannst du nach Hause. Ich kann's ja mir rauslassen, dann sparst du dir das. Erik sah dankbar aus. Super, ich hab halt vierzehn Stunden am Stück hinter mir. Es wird langsam Zeit, nach Hause zu Frauchen zu fahren. Zehn Minuten später war Magnus unterwegs zum Arrest. Als er in der Abteilung der Streife vorbeikam, erblickte er Kerstin, die ein Stück entfernt an ihrem Tisch saß. Sie starrte ihn finster an. War schon immer eine dumme Fotze gewesen. Hallo, sagte sie, als er vorbeiging. Grüß dich. Plötzlich tauchte die nackte Kerstin vor seinem inneren Auge auf. Kerstin in der Dusche. Kerstin, die sich ihre Hängetitten einseifte. Magnus lief ein Schauer über den Rücken. Sie nackt zu sehen war die einzige negative Erfahrung bei seinem Filmprojekt gewesen. Sonst waren fast nur sechs bis zehn Punkteweiber vor der Kameralinse gelandet. Im Arrest war es leer, bis auf den Wachposten, der mit auf dem Schreibtisch überkreuzten Beinen fern sah. Magnus klopfte an den Türrahmen. Hallo, ich komme, um Nummer 23 rauszulassen. Der Wachposten nahm die Füße vom Tisch und blätterte in seinen Papieren. Äh, da haben wir ihn ja, Samir Nasimi. Samir saß mit angezogenen Beinen auf der harten Pritsche. Er wandte sich träge zu Magnus um, der den scharfen Geruch, der ihm entgegenschlug, zu ignorieren versuchte. Was hast du bloß angestellt, Junge? Was machen Sie hier? murmelte Samir. Begrüßt man so einen Partner? Wieso Partner? Für mich ist das gelaufen. Du hattest nur ein bisschen Pech, aber das lässt sich alles lösen. Sie wissen haargenau, dass ich wegen Vergewaltigung angeklagt bin. Alle werden das erfahren, meine Freunde, die Schule und meine Eltern. Samir verbarg sein Gesicht unter der Achsel. Wie kann ich jetzt noch Polizist werden? Hör mal her. Ich weiß, was passiert ist, deswegen bin ich ja da. Alles kommt wieder ins Lot. Dafür sorge ich versprochen. Ich habe gerade das Vernehmungsprotokoll gelesen und mit dem Staatsanwalt geredet. Du kannst gehen. Samir blickte auf. Ich habe mich eingehend mit dem Staatsanwalt unterhalten und ihm klargemacht, dass ihr nur zwei verliebte Jugendliche seid, die halt Sex miteinander hatten. Aber das spielt keine Rolle. Im Gesetz steht ja offenbar, dass es eine Vergewaltigung ist, wenn sie unter fünfzehn hör zu. Ich habe mit dem Staatsanwalt geredet, der eigentlich so verfahren wollte. Aber ich habe ihn darauf hingewiesen, dass es eine Ausnahme gibt, bei der es nicht als Vergewaltigung angesehen wird, wenn beide einverstanden waren und der Altersunterschied gering ist. Was ja hier der Fall ist. Nach einer Weile hat er immerhin zugelassen, dass du gehen kannst, aber ich musste ihn ziemlich bearbeiten. Samir hatte wieder ein wenig mehr Leben im Blick. Wollen Sie damit sagen, dass ich nicht mehr unter Verdacht stehe? Der Tatvorwurf ist noch nicht ganz vom Tisch, aber es gibt keinen Grund, dass du eingesperrt bleibst. Außerdem bedeutet all das hier nicht, dass du wirklich verurteilt wirst. Die Ermittlungen sind noch nicht ganz beendet, aber ich werde alles tun, damit die Voruntersuchung ergebnislos geschlossen wird. Wie denn? Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird der Verdacht gegen dich fallen gelassen. Ich werde alles dafür tun. Samir sah misstrauisch aus. Dann darf ich jetzt gehen? Magnus nickte. Ja, aber du, wir müssen bereden, wie wir weitermachen. Ich bin für dich da, und ich hoffe, dass das umgekehrt auch gilt. Samir sank in sich zusammen. Ich kann nicht mehr. Ich wäre den ganzen fast draufgegangen, Mann. Du hast keine Wahl, Junge. Du steckst genauso tief drin in dieser Sache wie ich. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, sind wir im Arsch. Sie kapieren das nicht. Ich dachte es wären die Jugoslawen, als die Bullen mich geholt haben. Samir war aufgestanden und marschierte in der kleinen Zelle auf und ab. Ich hatte Todesangst, ich dachte ich würde sterben. Kapieren Sie das? Deshalb also hatte Samir sich in die Hose gemacht, der Junge hatte schreckliche Angst. Jetzt musste Magnus klare Kante zeigen. Hör mir zu. Du wirst nicht sterben. Sie hätten dich sonst längst umgelegt, als sie die Möglichkeit dazu hatten. Samir blickte Magnus entsetzt an. Magnus fuhr fort. Dein Bruder hingegen steckt so richtig in der Scheiße. Hinter ihm sind sie schließlich her. Darum ist es wahnsinnig wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Du kannst deinem Bruder helfen zu überleben. Ich will alles wissen, was er macht. Aber was hat mein Bruder mit all dem zu tun? Denk mal nach. Die Jugos machen alles, um ihn umzulegen. Wo er ist, werden auch sie sein. Und was ist dir lieber, Samir? Dein Bruder für ein Jährchen im Knast oder mit ausgestochenen Augen am Flussufer. Magnus ließ Samir kurz Zeit, diese beiden Alternativen sacken zu lassen, dann fügte er hinzu Und denk daran, dass du noch immer unter Verdacht stehst, eine Vergewaltigung begangen zu haben. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst mich. Magnus schlug die Augen auf. Schweiß rann an ihm herab. Er lag reglos im Bett und lauschte. Prasselte da draußen nicht etwas? Er blickte zu Pia, die neben ihm lag. Sie hatte die Augen geschlossen und ihr Brustkorb hob und senkte sich langsam. Da vernahm er draußen erneut ein Prasseln. Dieses Mal war er ganz sicher. Er schob die Decke beiseite und stand auf, schlich zum Fenster. Das Prasseln wurde deutlicher und plötzlich hörte er lautes Knallen, als würde jemand eine Blechplatte hin und her biegen. Der Audi brannte lichterloh, und die Flammen erhellten den Garten, eine Scheibe explodierte durch die Hitze und ließ Magnus zurückschrecken. Weiter weg auf der Straße sah er eine riesige Gestalt, die ihn an den Halk erinnerte. Sie starrte reglos in Richtung Haus. Eine Hand wurde wie zu einem militärischen Gruß an die Stirn gelegt, Magnus blickte auf seine zitternden Hände. Als Pia hinter ihm murmelnd fragte, was denn los sei, bekam er keinen Laut heraus. Adnan ging zur Rezeption in dem prunkvollen Gebäude. Die Decke war hoch, man sah geradewegs hoch in das zweite Geschoss. Mächtige Säulen unterstrichen den luxuriösen Eindruck ebenso wie mehrere Sofagruppen, die aussahen, als hätten sie ein Vermögen gekostet. Hätte Adnan nicht das Schild mit der Aufschrift Frösünder Reha-Zentrum gesehen, so hätte er geglaubt, am falschen Ort zu sein. Entschuldigung, die junge Frau hinter dem Tresen blickte auf. Ich suche Hajir El Batal. Sie sah misstrauisch rein, antwortete aber dennoch freundlich. Er ist im Augenblick bei der Krankengymnastik. Wen soll ich melden? Adnan Nassimi. Setzen Sie sich einen Moment. Ich werde sehen, ob Hajir heute Besuch empfangen kann. Danke. Adnan wählte einen dunkelbraunen Ledersessel und ließ sich nieder. Er blätterte kurz in einer Zeitschrift, bis die Frau von der Rezeption zu ihm zurückkam und sagte, dass Hadjir ihn in zwanzig Minuten empfangen könne. Sie erklärte ihm auch, dass Hadjir noch keine langen Besuche verkrafte und sich mehrmals am Tag ausruhen müsse. Als der Augenblick gekommen war, in dem er Hadjir treffen würde, war er plötzlich nervös. Wie würde Hadjir reagieren? Beim letzten Mal hatte er im Koma gelegen, der Besuch hatte nach der Begegnung mit der aufgebrachten Isabella in einer Katastrophe geendet. Adnan wurde in einen Aufenthaltsraum gebracht, in dem Hadjir sein sollte. Er sah sich um. Es gab Tische und Stühle wie in einem Café, und mehrere Besucher saßen mit Patienten herum. Er suchte nach Hadjir, sah einen mageren Mann im Rollstuhl, einen weiteren auf Krücken. Sein Blick glitt zurück zu dem Mann im Rollstuhl, der plötzlich Adnan zuwinkte. Er starrte ihn an, war schockiert, als ihm klar wurde, dass es Hadjir war. Er ging hin. Hallo. Adnan ballte die Faust und streckte sie zum Gruß aus. Anstatt einzuschlagen, breitete Hajir die Arme aus. Adnan fasste sich schnell und beugte sich zu ihm herab. Sie umarmten sich. Adnan klopfte Hajir ein wenig unbeholfen auf den Rücken. Hi, Mann. Hajirs Stimme klang immerhin nach Hajir. Sonst hätte es sich genauso gut um einen anderen Menschen handeln können. So ausgemergelt war er. Der früher so muskulöse Hadjier war zu einer dürren Gestalt geschrumpft, außerdem hatte er sich einen Bart wachsen lassen, sodass man seinen Mund nicht mehr sah. Nur die Stimme und die Augen verrieten noch, dass er es war. Wie geht's dir? Hadjier sagte ein paar Sekunden lang nichts. Ich kämpfe jeden Tag mit der Krankengymnastik, mit den Schmerzen, mit dem Gedanken, dass ich vielleicht nie wieder werde gehen können. Aber mir geht's gut. Ich habe eine wundervolle Frau und wir werden ein wundervolles Kind haben. Ich versuche positiv zu denken, davon reden Sie hier die ganze Zeit. Adnan nickte. Und wie geht's dir, Adnan? Was ist los? Nicht so viel. Ich habe mich unter dem Radar gehalten, kann man sagen. Hajia sah plötzlich ernst aus. Ich nehme an, dass du nicht mit den Bullen gesprochen hast. Es war zugleich eine Frage und eine Feststellung. Nein, ich dachte, es wäre besser, wenn zuerst wir beide darüber sprechen, was wir machen sollen. Und was, wenn ich nicht wieder aufgewacht wäre? Aber Scheiße, du weißt doch, dass ich immer für dich da bin. Das habe ich zumindest geglaubt. Hajir kratzte sich am Bart. Wir müssen beide mit den Bullen reden, sonst geht es nicht. Hajir war total schräg, überhaupt nicht der Alte. »Du bist mein Bruder, das weißt du. Aber mit diesen Irren ist nicht zu spaßen. Alles den Bullen zu erzählen, bringt uns nicht weiter. Wir müssen es selbst lösen, auf unsere Art.« Enttäuschung glimmte in Hadjias Augen auf. »Und wie soll ich das anstellen, wenn ich zu dem hier verurteilt bin?« Hadjir packte die Räder des Rollstuhls und schaukelte kurz vor und zurück. »Ich kann von hier aus gar nichts unternehmen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, diesen Dreckskarl wegen versuchten Mordes vor Gericht zu bringen.« dann können wir auspacken. Denn wenn er in den Knast geht, dann habe ich die Macht, ich habe überall Kontakte. Der Typ kommt nie mehr lebend raus. Adnan konnte das nachvollziehen, war aber dennoch vor den Kopf gestoßen. Soll ich etwa einen Bullen anrufen und sagen, dass ich ganz plötzlich reden will? So schwer dürfte das ja nicht für dich sein. Unmöglich, dass Hadjir es wusste. Oder doch? Du bist ja mit einer Polizistin zusammen. Adnan war baff. Woher hast du das? Isa erfährt viel. Aber nur die Ruhe, ich verrate nichts. Sie hat mich reingelegt. Ich wusste nicht, dass sie eine Polizistin ist. Die Bullen scheinen zu allem bereit, um mich wieder hinter Gitter zu bringen. Hajir lachte auf einmal los. Die anderen im Raum blickten verwundert zu ihnen herüber. Dann verstummte er abrupt. Denk mal nach. Glaubst du das selbst? Dass du so wichtig bist, dass eine Polizistin sogar mit dir ins Bett steigt? Warum sollte sie sonst etwas mit mir anfangen? Sie brauchte vielleicht nur ein bisschen Spannung im Leben. Oder sie ist hinter etwas anderem her. Wie viele hast du im Lauf der Jahre ausgeraubt oder mit Drogen versorgt? Das war eine neue Perspektive. Äh, du nimmst mich nur auf den Arm. Ich versuche nur dir klarzumachen, dass du nicht Don Corleone bist. Ja, schon klar. Jedenfalls schön zu sehen, dass du immer noch der Alte bist. Ich bin nicht der Alte. Das werde ich auch nie mehr sein. Hajir gähnte und blickte auf seine Armbanduhr. Ja, es ist Zeit für meinen kleinen Powernap. Es geht an die Substanz, einen besten Kumpel zu treffen. Adnan wusste nicht, ob Hajir das ironisch meinte oder nicht. Okay, dann mache ich mal los. Ich versuche bald wieder vorbeizuschauen. Schau lieber auf einem Polizeirevier vorbei. Das hätte einen größeren Nutzen. Adnan antwortete nicht. Er verließ Hadjir mit einem merkwürdigen Gefühl in der Magengegend. Irgendwie leer, unausgefüllt. Hadjir und er waren immer beste Freunde gewesen. Immer. Aber diesmal wusste Hadjir nicht, wovon er redete. Er war zu sehr Opfer, um die Lage einschätzen zu können. Niemand packte aus. Ganz egal, was passierte. Das wusste doch nun wirklich jeder Kanacke. Adnan war unterwegs zu der sichersten Unterkunft, die er momentan hatte. Er hatte bereits eine Nacht bei Miran gepennt, aber wenn er noch eine Nacht mehr aushalten sollte, dann brauchte es ein paar drastische Maßnahmen. Miran blickte überrascht auf, als Adnan einen Korb voller Putzmittel auf den Sofatisch stellte. Was ist das denn? Etwas, das du noch nie benutzt hast. Aber es ist an der Zeit, dass du es lernst. Deine Wohnung muss geputzt werden und du wirst mithelfen. Hier ist es so scheißeklig, ich kapiere echt nicht mal, wie deine Läuse es geschafft haben, zu überleben. Midan sah ihn entgeistert an. Ich fange in der Küche an. Solltest du noch auf dem Sofa liegen, wenn ich zurückkomme, dann schmeiß ich dich hier raus. Kapiert? Das ist immer noch meine Wohnung. Adnan achtete nicht auf Midans lahme Proteste. Nach einer Stunde bereute Adnan, dass er die Küche gewählt hatte. Obwohl er geschuftet hatte wie ein Irrer, hatte er nur den Kühlschrank und das Gefrierfach geschafft. Das verdreckte Geschirr, das sich in der Spüle, auf dem Tisch und auf dem Boden gestapelt hatte, legte er in die Badewanne ins Wasser, um überhaupt eine Chance zu haben, die Reste wegzukriegen. Das Aufräumen würde verdammt lange dauern. Zweimal war Adnan zu Midan ins Wohnzimmer gegangen, um ihm Dampf zu machen. Beim zweiten Mal hatte Midan sich immerhin aufgesetzt, eine Ajax-Flasche genommen und die Anweisungen auf der Rückseite gelesen. Ich kapiere gar nichts. Miran starrte auf die Flasche. Schütte ein bisschen was davon in einen Eimer voller Wasser, dann passt es. Miran stierte ihn an. Vier Stunden später fing es an, nach etwas auszusehen. Die Küche war aufgeräumt und das Geschirr stand abgewaschen im Schrank. Adnan hatte Unmengen von Wäschesäcken mit schmutzigen Klamotten gefüllt, neue Laken gefunden und die Decken und Teppiche gelüftet. Das Badezimmer, das vor dem Reinigen eine unbestimmte Farbe gehabt hatte, glänzte nun weiß. Midans Beitrag hatte darin bestanden, dass er ein paar Regale im Wohnzimmer mit einem tropfenden Lappen und einer halben Flasche Ajax abgewischt hatte. Adnan musste eine Viertelstunde lang hinterherwischen, um den Schaum zu entfernen. Aber Midan sah trotzdem sehr stolz aus. Shit! Wie frisch es hier riecht! Midan ging auf und ab. Mann! Oh Mann! Kannst du in den Waschkeller runtergehen und eine Zeit reservieren? Kriegst du das hin? Miran blickte ihn fragend an. Die Schlüssel hängen draußen im Flur, jetzt komm schon. Miran schlurfte davon. Er schien seine verzwickte Aufgabe nicht begriffen zu haben. Eine Viertelstunde später war er zurück. Äh, du, Adnan, was ist denn heute für ein Datum? Himmel, was hast du die ganze Zeit da unten getrieben? Es war nicht so leicht zu finden. Adnan seufzte heute ist der fünfzehnte. Der fünfzehnte was? Dezember, was dachtest du denn? Dezember? Scheiße. Mann, riecht das frisch hier drin. Midan verschwand durch die Wohnungstür. Ein paar Sekunden darauf öffnete sie sich wieder. Du, welche Zahl war das nochmal? Der fünfzehnte. Hatte Midan mit einer neuen Droge angefangen? Als sich die Wohnungstür erneut öffnete, brüllte Adnan der 15. Dezember. Er bekam keine Antwort. Stille. Aber es war jemand da. Miran? Warum antwortete er nicht? War es jemand anders? Adnan zog leise eine Schublade des Küchenschranks heraus und griff sich das größte Messer, das er fand. Langsam schlich er mit erhobenem Messer in Richtung Flur. Sei so lieb und leg das Messer weg. Beim vertrauten Klang der Stimme ließ Adnan seine Waffe sinken. Diar tauchte in der Türöffnung auf. Wen hast du denn erwartet? Zwei Fäuste trafen sich zum Gruß. Adnans Überraschung paarte sich mit Erleichterung und einer Art verwirrtem Freudenrausch. Er war nicht mehr allein, nicht mehr allein mit seinen Überfallplänen, nicht mehr allein gegen Mr. Kaljewitz und Co., nicht mehr allein gegen den Psycho Vincent, nicht mehr allein gegen die ganze Welt, aber vor allem. Er war nicht mehr allein mit Miran. Amanda platzte fast der Magen von dem großen Stück Käsekuchen, das sie während der Besprechung vertilgt hatte. Danke für den Kuchen. Ich hoffe, du verschläfst bald wieder. Roban grinste. Nein, das reicht jetzt mal. Meine Frau hat keine Lust mehr zu backen. War mir fast sicher, dass er von ihr ist. Amanda sollte heute mit dem Einsatzleiter Nils Söderling eine Patrouille bilden. Nils hatte noch einiges zu planen, bevor sie losfuhren. Daher lockte Amanda sich an einem Computer ein, um ihre Mails zu checken. Tobbe tauchte hinter ihr auf. Erinnerst du dich an diese Stella, bei der wir letzten Sommer mal waren? Amanda schüttelte den Kopf. Die vergewaltigt worden war, aber nicht erzählen wollte, wer es war. Ich habe gestern zufällig ihre Freundin getroffen und sie hat mir erzählt, dass Stella sich das Leben genommen hat. Offenbar nur wenige Tage nachdem wir dort waren. Nee. Wie denn? Mit Tabletten und Drogen, wie es scheint. Ich hatte damals nicht den Eindruck, dass sie selbstmordgefährdet war. Du? Nein, überhaupt nicht. Sobald Tobbe weg war, suchte sie Stellas Identitätsnummer und öffnete den Polizeibericht. Stella war zwei Tage nachdem sie dort gewesen waren gestorben. Man hatte sie tot in ihrem Bett gefunden. In ihrer Wohnung lagen Unmengen von Schlaftabletten, Schnapsflaschen und Drogen. Es gab keine Hinweise auf einen Einbruch oder Gewalteinwirkung, daher hatten die Beamten den Fall als Selbstmord eingestuft. Amanda startete eine Suche nach allen in den vergangenen zehn Jahren registrierten Selbstmorden in Stockholm. Daraufhin sortierte sie sämtliche Männer und Frauen über 40 aus. Sie druckte eine Liste mit allen Namen aus und hakte sie nach und nach ab, während sie auf dem Bildschirm die Berichte mitlas. Ein paar waren vor einen Zug gesprungen, andere hatten sich erhängt aber die meisten Frauen hatten Tabletten geschluckt. Als sie fertig war, hatte sie insgesamt sieben Namen auf der Liste gelb markiert, diese sieben stimmten mit dem überein, was sie suchte. Die Vorgehensweise war Selbstmord durch Tabletten und Drogen, und es war in ihrer Wohnung geschehen. Keiner hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen, außerdem hatten alle sieben Frauen kurz vor dem Selbstmord Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet, ohne Angaben zum Täter amanda starrte auf die gelb markierten zeilen einer der namen leuchtete besonders gelb sanna dahlström ihre schwester amanda hatte ihren nachnamen in palla geändert bevor sie sich bei der polizeischule beworben hatte das war der mädchenname ihrer mutter amanda hatte sich schon immer gewünscht so zu heißen die buchstaben auf dem blatt verflossen ineinander Während Sannas fröhliches, schönes Gesicht vor ihrem inneren Auge auftauchte, erinnerte sie sich an das, was Stella damals gesagt hatte. Aber ich überlebe und zwar immer. Nach der Arbeit fuhr Amanda direkt nach Kungsholmen zu Jensines Friseursalon. Jensine war dabei, einer älteren Dame die Haare zu föhnen. Es dauerte eine Weile, bis Jensine Amanda bemerkte, aber dann legte sie den Föhn sofort beiseite und kam zu ihr. Ich kann heute leider nicht mit dir sprechen, ich bin total ausgebucht. Jensine klang schroff. Aber ich habe jetzt einen Termin bei dir. Ich warte, bis du mit deiner Kundin fertig bist. Amanda lächelte breit. Jensine ging zum Tresen, um in ihren Kalender zu schauen. Dann blickte sie zu Amanda auf. In ungefähr zehn Minuten bin ich bei dir. Eine halbe Stunde später saß Amanda auf dem Friseurstuhl. Wie sollte sie das Thema ansprechen, ohne Jensine zu sehr aus der Fassung zu bringen? Dir ist sicher klar, dass ich heute auch hier bin, weil es noch einige Fragen gibt. Jensine legte Amanda einen Frisierumhang um. Ich habe nichts mehr zu sagen, ganz ehrlich. Warum verschwendest du deine Zeit damit, in Sannas Leben rumzuwühlen? Warum versuchst du nicht, sie so im Gedächtnis zu behalten, wie sie war, als es ihr gut ging? Genau so habe ich sie ja im Gedächtnis wie sie damals zu Hause war, und das stimmt einfach nicht mit dem anderen überein. Jensine zog den Kamm durch Amandas Haare, bis ein Knoten sich widersetzte. Amanda zuckte kurz und beobachtete Jensine, wie sie versuchte, ein paar verklebte Strähnen zu lösen. Ich habe dich in einem Film gesehen, den du wahrscheinlich auch vergessen willst. Jensine hielt mitten in der Bewegung inne. Du weißt, wovon ich rede? Ein Film im Netz verewigt, den alle sehen können, deine Freunde, deine Eltern, sogar deine Großmutter. Jensine antwortete in einem schärferen Ton Glaubst du, ich bin stolz darauf? Denkst du nicht, dass ich eine verdammte Angst habe, dass es rauskommt? Ich werde immer damit leben müssen, dass vielleicht eines Tages mein Kind oder jemand anderes ihn sieht. Ich führe jetzt ein anderes Leben. Ich gehe nicht mehr in Bars. Ich nehme keine Drogen. Aber dieser Mist wird mich immer verfolgen. Darüber brauchst du mir keine Lehren erteilen. Ich weiß, dass du es nicht freiwillig gemacht hast. Jensine schnaubte. Du wurdest vergewaltigt. Ich wurde nicht vergewaltigt. Jensine sah sich um und sprach leiser. Es war einfach nur ziemlich schräg. Warum willst du es nicht sagen? Ich habe selbst gesehen, wie zugedröhnt du warst. Du wirkst völlig abwesend in dem Film. Ja, ich war total weg. Das ist vermutlich meine einzige Entschuldigung. Aber ich muss für das einstehen, was ich getan habe, und ich wurde nicht vergewaltigt. Woher hast du das? Darf ich fragen, wer der Mann in dem Film ist? Das spielt doch keine Rolle. Doch. Ich weiß, dass noch viele andere Frauen dasselbe erlebt haben. Deshalb möchte ich wissen, wer dieser Mann ist. Was meinst du mit viele andere? Amanda schluckte, bevor sie fragte, gibt es auch einen Film mit Sana? Warte mal. Welche anderen Frauen haben dasselbe erlebt? Jensine erstarrte. Bist du bei der Polizei, oder was? Hat Sanna dasselbe durchgemacht? Scheiße. Plötzlich wirkte Jensine tief verängstigt. Du hättest sagen können, dass du bei der Polizei bist. Was macht das schon? Ich bin nicht dienstlich hier, sondern wegen Sana. Das macht verdammt viel. Ich habe mich mehrere Jahre von dieser ganzen Kacke ferngehalten und jetzt kommst du an und bohrst darin herum. Ich will, dass du jetzt gehst. Jensine legte den Kamm beiseite und nahm Amanda den Umhang ab. Amanda senkte die Stimme. Bitte, Jensine, du bist die einzige, die mir noch helfen kann. Gib mir nur einen Namen. Du kannst ja eine von den anderen fragen. Ich habe nichts zu sagen. Es gibt keine anderen mehr. Kunstpause. Sie sind tot. Der Umhang fiel zu Boden, und Jansine kniete sich hin, um ihn aufzuheben, blieb in der Hocke, wie gelähmt, sah mit flackerndem Blick auf. Da hast du deine Antwort. Hallo, da bin ich wieder, mein lieber Freund. Mein einziger Freund, behaupte ich mal. So fühlt es sich jedenfalls an. Nicht einmal mit Annelie kann ich mehr reden, sie wird nur wütend. Sie hasst Magnus, findet es ungemein dumm, dass ich bei ihm bleibe. Wie kann sie es sich erlauben, über mich zu urteilen? Sie ist ja nicht da, wenn Magnus seine guten Tage hat. Aber das ist jetzt schon eine Weile her, wenn ich darüber nachdenke. Er hat viel Arbeit, sagt er, und ist gestresst. Er arbeitet an einem großen Schlag gegen die jugoslawische Mafia, und die haben gestern unser Auto angezündet, das war furchtbar. Sogar Magnus hatte Angst, aber jetzt findet er es albern, dass ich nicht allein zu Hause sein will, er sagt, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, dass sie es nur gemacht haben, um ihn zu erschrecken. Der Einzige, der sich wirklich um mich kümmert, ist Joachim. Als er gehört hat, was passiert ist, wurde er sehr besorgt. Wir saßen ganz lange zusammen im Büro und haben gesprochen, und er schien sich echt zu kümmern. Ich frage mich langsam, ob Joachim an mir interessiert ist, oder ob er nur ein ungewöhnlich lieber Mensch ist. Aber was sollte Joachim an mir finden? Es gibt viel hübschere Mädchen bei uns auf der Arbeit. In den letzten Tagen hatte Magnus die Hauptrolle gehabt. Alle auf dem Revier redeten von ihm und fragten, was passiert war. Gestern hatte Novas Teamchef ihn wegen des Wagenbrands vor seinem Haus vernommen und jetzt saß Magnus in Niklas Holms Büro. Magnus streckte sich. Sein Selbstvertrauen war top. Die Aufregung und die Schulterklopfer der Kollegen waren Balsam für die Seele. Ich habe die Vernehmung mit Ihnen gelesen. Sie sind offenbar mit gewissen Teilen der jugoslawischen Mafia sehr vertraut und verdächtigen diese Leute in erster Linie der Tat. Ja, genau. Und warum dieser Angriff gerade jetzt? Gibt es einen besonderen Auslöser? Nein, gar nicht. Aber mein Personal liegt nicht auf der faulen Haut. Ich arbeite schon immer sehr hart daran, zuverlässige Informanten an mich zu binden. Und dann sind es eben wir, die solchen Aktionen zum Opfer fallen. Niklas Holm hob die Hand. Ja, ja, ja. Obwohl ich neu hier bin, habe ich einiges über Sie und Ihre Einheit gehört. Hervorragende Arbeit. Aber ich stelle mir doch die Frage, woher die Jugoslawen von der Quelle in ihren Reihen wussten. Sind Ihre Informanten wirklich so zuverlässig, wie Sie sagen? Kann Ihnen so etwas noch einmal passieren? Magnus ließ sich aber nicht beirren. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Und nach meinem Gespräch mit Nova vermute ich auch, dass es auch bei uns eine undichte Stelle geben muss. Magnus sah Niklas Holm an, um auszumachen, ob dieser ihm folgte. Abgesehen davon ist es nicht gerade gut für unseren Ruf, wenn eine Kollegin mit einem Schwerkriminellen in die, so jemanden als Partner hat. Niklas hob eine Augenbraue. Nein, das ist absolut nicht gut, und ich muss mir überlegen, wie wir damit umgehen. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, so scheint diese Amanda nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Mit dieser Frau will ich nicht mehr zusammenarbeiten, und ich denke, das wird auch für alle anderen gelten, wenn das rauskommt. Lieber vorbeugen, als heilen. Magnus zwinkerte. Okay, ja, ich werde über Maßnahmen nachdenken. Wir dürfen die Angelegenheit nicht unnötig aufbauschen, bevor wir nicht genau wissen, um was es sich handelt. Aber nun zu Ihnen. Ich habe mit der Personenschutztruppe gesprochen, und dort schlägt man vor, dass Sie und Ihre Frau für ein paar Wochen ins Ausland fahren, bis sich alles beruhigt hat, natürlich auf Staatskosten. Nein, verdammt. Wie ich schon sagte, mir jagt man so leicht keine Angst ein. Danke für das Angebot, aber ich werde gerade jetzt gebraucht, wo wir den Kerl endlich auf der Spur sind. Ich will nicht mit eingezogenem Schwanz abhauen. Niklas Holm sah überrascht aus und versuchte noch eine Viertelstunde, Magnus zu überzeugen, seine Frau auf einen Urlaub in der Sonne mitzunehmen, aber Magnus war nicht zu überstimmen. Er hatte den kleinen Zamir wieder an der kurzen Leine und das war sein bester Trumpf. Außerdem gelang es ihm, Niklas Holm dazu zu überreden, ihn bei den Ermittlungen gegen die Jugoslawen und gegen Adnan Nasimi bei Nova mitarbeiten zu lassen. Konnte es besser laufen? Bald würde auch Amanda aus dem Spiel sein, Dafür würde Niklas Holm sorgen, wenn er nicht total unfähig war. Das Leben fühlte sich gleich leichter an. Die einzige Gewitterwolke am Horizont war die Frage, was Milorad Kraljewicz als nächstes aushecken würde. Wie wütend war der Typ darüber, dass er zu einem Attentat auf die Wohnung einer Polizistin verleitet worden war? Wie sicher waren die Jugos, dass Magnus nicht doch von der Entführung erzählen würde? Er überdachte die Lage und kam zu dem Schluss, dass alles ganz gut lief. Hätten sie es wirklich ernst gemeint, dann hätten sie ihn kalt gemacht, als die Möglichkeit da war. Oder? Irgendwo ahnte Magnus, dass er es nur einer einzigen Person zu verdanken hatte, dass er noch lebte: Vincent Bonnerüt. Zusammen waren sie stark. Tragisch, aber wahr. Die Jahr mochte die Idee. Nach wenigen Tagen in Freiheit hatte er eingesehen, dass es einzig und allein auf die Kohle ankam. In der Bar war er eines Abends sogar so pleite, dass er den Frauen nicht einmal einen Drink spendieren konnte. Wir ziehen es im Weihnachtsgeschäft durch. Die Jahr hockte nach vorn gebeugt auf dem Sofa in Midans Wohnung, die inzwischen auch Adnans ständiger Wohnsitz war. Adnan nickte. Wir müssen wieder hin und alles auskundschaften. Rauskriegen, wann Sie fahren. Er dachte nach. Vielleicht haben Sie an Weihnachten einen anderen Fahrplan mit Spezialtransporten. Klar, werden wir alles auskundschaften. Aber wir brauchen jemanden vor Ort, jemanden, der sich auskennt, wie die Geldtransporte funktionieren, wie oft die Bullen dort sind, Ladenkontrolleure, das alles. Diar fuhr sich mit der Hand über den kahl rasierten Schädel. Adnan sagte eine Weile nichts. Er war froh, dass Diar dabei war. Diar dachte anders, brachte mehr Details rein, Dinge, die am Ende entscheidend sein konnten. Jetzt war es fast wie früher, er und seine Kumpel. Ich hab da vielleicht jemanden. Sascha. Welchen Sascha? Sascha vom Café Momo. Ich war vor einiger Zeit bei ihm und hab mit ihm geredet. Er schien ziemlich fertig zu sein wegen der Sache mit seinem Bruder. Ich habe davon gehört. Ist er in Ordnung? Sascha, ja. Er würde uns niemals reinlegen. Dia stützte sein Kinn auf die Hände. Sagen wir, dass er dabei ist. Damit hätten wir einen Insider. Dann du und ich gegen zwei Wächter. Wir brauchen noch mindestens zwei, mindestens. Einen Fahrer und einen Mann, der bei dem Überfall mit dabei ist. Eigentlich brauchen wir auch noch ein paar Späher, aber wir können auch nicht zu viele sein, dann bleibt kein Geld übrig. Und je mehr wir sind, desto größer die Gefahr, dass einer querschießt. Wir können uns keinen Typen erlauben, der gleich losrennt und sich eine neue Karre kauft, auch wenn ich eine neue brauchen könnte. Die Ja blinzelte Adnan zu. Adnan bekam wieder ein schlechtes Gewissen wegen Diar Spence, der noch immer von den Bullen beschlagnahmt war. Aber Diar hatte es besser aufgenommen als erwartet. Mach dir keinen Kopf, ich weiß, wie's läuft, hatte er gesagt, als Adnan endlich den Mut aufgebracht hatte, es ihm zu erzählen. Sie versuchen es immer so hinzubiegen, dass der Fahrer der Kiste auch der Eigentümer sein soll. Aber wenn's hart auf hart kommt, nehmen Sie niemals einen Wagen, der eine halbe Million wert ist. Das trauen Sie sich nicht. Nur für alte Kisten sieht's schlecht aus. Adnan hatte sich wegen dieser Autogeschichte monatelang den Kopf zerbrochen, die ungewöhnlich gelassene Reaktion von Diar hatte ihn überrascht. Kennst du jemanden, den wir noch dazu holen könnten? Adnan schüttelte den Kopf. Nein, niemanden, bei dem ich mir Prozent sicher bin. Wenn man eine Weile weg war, hat man nicht mehr so den Überblick. Leute, die man gekannt hat, hängen mit Typen rum, die man nicht einschätzen kann. Ein klarer Kandidat wäre Hadjir gewesen, aber das ist ja jetzt gelaufen. Sie überlegten beide eine Weile, dann rief die Ja, ich weiß vielleicht jemanden. Wen? Na, kann ich jetzt noch nicht sagen. Muss ich erst mit ihm klären. Adnan wurde neugierig, aber er unterließ weitere Fragen. Wenn wir keinen anderen mehr finden, haben wir ja noch jemanden, den wir eventuell nehmen könnten. Adnan traute sich kaum, es vorzuschlagen. Miran. Miran? Der Karl hat doch keine einzige Gehirnzelle mehr. Und das war schon so, bevor er ein Junkie wurde. Ich weiß, dass es nicht optimal ist. Aber was haben wir zu verlieren? Er ist auf jeden Fall in Ordnung, auch wenn er nicht gerade ein Intelligenzbolzen ist. Er kann den Fluchtwagen fahren und Ausschau halten. Redet ihr von mir? Adnan und Iyar waren so sehr in ihre Diskussion vertieft gewesen, dass sie Miran nicht nach Hause hatten kommen hören. Es war nicht zu übersehen, dass er unterwegs seine Vorräte aufgefüllt hatte. Die unfreiwilligen Zuckungen seiner Kinnpartie und seine frische Begeisterung verrieten den echten Süchtigen. Dias Gesichtsausdruck? Was habe ich dir gesagt? Drehen wir ein Ding? Ich bin dabei. Miran versuchte seriös auszusehen. Wie ist der Plan? Wann legen wir los? Adnan fluchte innerlich. Diar und ich unterhalten uns nur so. Ganz ehrlich, Miran, wir wissen nicht, ob du das aushältst. Natürlich wollen wir dich dabei haben, aber du musst von dem Stoff runter, schnallst du das? Midan verdrehte die Augen. Logisch, krieg das hin. Ist kein Problem, Leute. Lass mal hören. Adnan schaute zu Diar und wartete auf ein Zeichen. Dia nickte. Wir schnappen uns einen Geldtransporter. Ein Geldtransporter? Cool! Miran nickte so heftig, dass sein ganzer Körper wackelte. Und wir können alles hier planen. Keiner weiß von meiner Wohnung. Wir können auch danach noch eine Weile hier abhängen, als eine Art Versteck, uns mit Essen und allem verbunkern, eine Menge Filme gucken, ihr wisst schon. Dia stand auf und schaute durch einen Spalt in den Gardinen auf den Hof hinab. Du siehst so, dass genug Essen für mehrere Wochen hier ist. Miran strahlte. Diyar drehte sich zu ihm um und visierte ihn mit dem Zeigefinger scharf an. »Unter einer Bedingung. Du wirst beweisen, was du taugst.« »Ich tue alles, was du willst.« »Morgen um 21 Uhr schließt Assis seinen Laden. Da wirst du dort sein und die Tageskasse rauben.« Midan sperrte den Mund auf. »Willst du dabei sein oder nicht?« Midan schluckte und wirkte gar nicht mehr so sicher. Schließlich antwortete er... Ich bin dabei. Gut. Du gehst auch mit. Die Ja schaute zu Adnan. Was? Ich? Es ist besser, wenn ihr das zu zweit macht, dann seid ihr in der Überzahl. Da gibt's weniger Widerstand. Aber Miran führt den Job aus. Du bleibst im Hintergrund. Aber ist es klug, dieses Risiko einzugehen, bevor wir richtig zuschlagen? Noch dazu in Tainstar. Alles wird gut gehen. Schnell rein und wieder raus. Keiner wird überhaupt die Zeit haben zu reagieren. Und hier kann ein bisschen Übung auch nicht schaden, mal wieder den Stress spüren. Außerdem brauchen wir Kohle, um Sachen für den Überfall zu kaufen. Das ist doch kein Problem für dich, oder? Adnan blieb keine Wahl. Wenn er Nein sagte, würde die Ja vielleicht aussteigen. Denken, dass Adnan zu schwach war. Und die jahr hatte recht: ohne Kohle würden sie sich nicht vorbereiten können. Nein, scheiße. Wir ziehen das morgen durch. Adnan fingerte an dem Nylonstrumpf herum, den er sich über den Kopf gezogen hatte. Er sah zu Midan. Was zum Teufel trieb er? Midan zog und zerrte an seinem Nylonstrumpf und hatte ihn noch nicht weiter als über das rechte Auge gebracht. Und sie waren schon im Laden. Assis Supermarkt. Shit. Adnan blickte sich nach Kameras um, konnte aber keine entdecken. Heute brauchten sie Glück. Verdammt viel Glück. Adnan umklammerte seinen Baseballschläger und scannte blitzschnell den Raum. Es war ein gewöhnlicher Minisupermarkt. Sparsam eingerichtet mit Regalen, die das wichtigste Basissortiment enthielten. Wegen des grellen Lichts der Neonröhren brauchten die Augen eine Weile, bis sie sich an die Helligkeit gewöhnt hatten. Es schienen keine Kunden da zu sein, und soweit Adnan erkennen konnte, war Assis auch nicht in der Nähe. Hatten sie so einen Dusel, dass er auf dem Klo war? Es wäre der Oberhammer. Adnan wollte ein wenig weiter in den Laden vordringen, um die Lage zu erkunden, aber Midan stand ihm im Weg. Er zerrte noch immer an seinem Nylonstrumpf. Adnan verpasste ihm einen Stoß in den Rücken und zischte: "Los jetzt, Mann!" Midan ließ den Strumpf los und hob stattdessen das Messer. Es war das größte Küchenmesser, das sie in der Wohnung gefunden hatten. Die Nylonstrümpfe hatte Midan aus einer Schreibtischschublade hervorgekramt, in der seine Tante ein paar Sachen zurückgelassen hatte. Und es war höchst unklar, ob sie nach Anwendung gewaschen worden waren oder nicht. Hallo? schrie Midan so laut er konnte. Hallo? Das ist ein Überfall. Und wenn ihr nicht tut, was ich sage, schneide ich euch die Kehle durch. Adnan wünschte, dass er sich verhört hatte, aber das war nicht der Fall. Was zur Hölle machte der Schwachkopf? Midan war am Tresen angelangt und sah sich verwirrt um. Hallo? Scheiße, Mann, nimm einfach die Kohle. Die Kasse ist doch offen. Midan wandte sich um und starrte Adnan noch verwirrter an, die Augen aufgerissen, der Mund weit geöffnet. Adnan sah, dass Midans Strumpf genügend Möglichkeiten ließ, ihn zu identifizieren, aber es war keine Zeit mehr, dies zu ändern. Leg ein Zahn zu! Adnan schob ihn in die richtige Richtung. Midan schien es nun doch geschnallt zu haben und sprang geradewegs über den Tresen. Auch wenn er dabei ein Gestell mit Süßigkeiten abräumte, konnte Adnan feststellen, dass der Sprung recht geschmeidig war. Midans ausgemergelter Körper war hier von Vorteil. Als Midan mit beiden Händen in die Kasse griff, kam plötzlich Assis mit hocherhobenem Besen herangestürmt. »Haut ab, ihr Schweine! Glaubt ja nicht, dass ihr mich so leicht ausrauben könnt!« Er stieß mit dem Besen nach Midan, der mit den Armen fuchtelnd auswich. Assis ließ nicht locker. In dem Alten steckte mehr Feuer, als Adnan gedacht hatte. Midan kämpfte, um wieder auf die andere Seite des Tresens zu gelangen, und Adnan musste eingreifen, damit das Ganze nicht vollkommen den Bach runterging. Er trat mit ein paar raschen Schritten näher und gab Assis ein deutliches Zeichen mit dem Baseballschläger. Der Ladenbesitzer zuckte zurück. Das reichte, um Midan die Zeit zu verschaffen, wieder auf die andere Seite zu gelangen. Aber Assis gab nicht nach. Plötzlich hielt er einen Tischabroller in der Hand und knallte ihn Midan gegen die Stirn. Midan beugte sich stöhnend nach vorn. Adnan packte ihn am Jackenärmel und zog ihn weg. In letzter Sekunde bemerkte er, dass das Küchenmesser noch neben der Kasse lag. Midan musste es dort abgelegt haben. Adnan fluchte laut und ließ Midan los. Er lief zum Tresen zurück und griff nach dem Messer, während Assis mit dem Besen nach ihm schlug. Tumult. Das alles dauerte zu lange. Adnan zog Midan hinter sich her und sah aus den Augenwinkeln, dass Assis zurückblieb. Trotzdem duckte er sich mehrmals aus Angst vor dem Besen. Draußen empfing sie die kalte Dezemberluft. Vielleicht würde es ja doch glatt gehen. Er nahm den klebrigen Nylonstrumpf ab und wies Midan an, es ihm gleich zu tun. Midan jammerte vor sich hin, tat aber, was ihm befohlen wurde. Seine Stirn blutete. Sieh zu, dass du keine Blutstropfen hinterlässt. Drück den Strumpf auf die Wunde. Sie gingen rasch um die Ecke, wo Diar in einem Ford Escort wartete, den er kurz geschlossen hatte, bevor sie reingegangen waren. Wie ist es gelaufen? fragte die ja ohne Umschweife. Dieser Sack hat mich gegen den Kopf geschlagen, klagte Midan. Aber habt ihr was? Ja, alle Scheine. Nun klang Midan stolz. Und auch ein paar Schachteln Zigaretten. Während Midan begeistert den Raub schilderte, verließen sie Tainster. Die Jahr fuhr unauffällig. Er war routiniert, ließ sich überhaupt nicht stressen. Erst nach fünf Minuten hörten sie die Sirenen, die unterwegs zu Assis waren. Da befanden sie sich bereits auf Höhe von Solvala und weit weg von dem Laden. Adnan war euphorisch. Es war lange her, dass er jemanden ausgeraubt hatte, und er hatte das heftige Gefühl ganz vergessen. Unsterblich. Er war wieder der King. Adnan was back. Es war, als würde sie das Schreckliche noch einmal erleben. Wie damals, als sie auf dem Weg zu Sanna gewesen war, als sie wusste, dass etwas nicht stimmte, als ihr klar war, dass sie etwas Furchtbares entdecken würde. Amanda fand die Nummer in der Wegergartern in Sundbüberje und schlüpfte ins Haus, als ein kleiner Junge nach draußen trat. Fünfter Stock. Amanda wählte den kleinen, klapprigen Aufzug und umklammerte den Schlüssel in ihrer Hand, den Schlüssel, den ihr Ulrika, Jensines Kollegin, gegeben hatte. Amanda war zum Salon gefahren, um den Pullover zu holen, den sie dort vergessen hatte. Ulrika hatte ihr besorgt mitgeteilt, dass Jensine noch nicht da war. Sie war schon zwei Stunden verspätet und Ulrika hatte zwei Kunden wieder wegschicken müssen. Als Amanda angeboten hatte, bei Jensine vorbeizuschauen, hatte ihr die gestresste Ulrika erleichtert Jensines Reserveschlüssel in die Hand gedrückt. Jetzt stand sie still vor der Tür, an der ein goldfarbenes Schild mit der Aufschrift J. Sandström angebracht war. Amanda lauschte, ob Geräusche aus der Wohnung drangen, aber das Klirren von Geschirr kam aus dem Stockwerk darunter. Amanda drückte auf die Klingel, das schrille Läuten durchbrach kurz die Stille. Sie holte ihr Handy hervor und wählte Jensines Nummer, gleich darauf hörte sie Klingeltöne in der Wohnung. Niemand ging ran. Als sie den Anruf abbrach, hatte die Stille gewonnen. Amanda wusste es. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn einmal, zweimal, Drinnen ging sie so nahe wie möglich an der Wand entlang, um keine Schuhabdrücke eines möglichen Täters zu zerstören. Sie öffnete die Tür zum Badezimmer und schaute hinein. Alles sah normal aus. Sie ging weiter Richtung Wohnzimmer. Obwohl sie geahnt hatte, was sie finden würde, erstarrte sie. Es war, als würde sie Sana noch einmal sehen, leblos auf dem Sofa. Jensines hellgrüne Augen starrten sie an, der Mund stand halb offen. Der Körper bedeckt von einer rosafarbenen Decke, nur ein Arm hing darunter hervor. In einer Ader steckte eine Spritze leer. Amanda stand eine Weile da und musterte den leblosen Körper, versuchte sich klarzumachen, diejenige, die da lag, gab es nicht mehr. In Gesellschaft der Toten entstand immer dasselbe Gefühl von Unwirklichkeit. Dann rief sie bei der Einsatzzentrale an. Als Amanda eine Stunde später den Tatort verließ, herrschte dort volle Aktivität. Die Techniker waren gekommen und suchten nach Fingerabdrücken, Haaren, Hautresten, Kleiderfasern, Schuhspuren und anderen Hinweisen. Die Kripo hatte mit der Befragung der Nachbarn begonnen. Amanda musste ins Revier zu einem Gespräch mit Niklas Holm. Er hatte angerufen und sie umgehend in sein Büro beordert. Amanda ahnte, um was es ging. Niklas Holm saß an seinem Schreibtisch, als sie hereinkam, fein gekleidet mit einer Polizeiuniform, an deren Schulterklappen eine Reihe von Goldstreifen glänzten. Sein Haar war ordentlich nach hinten gekämmt, keine Strähne lag quer, an der Wand hinter ihm hingen mehrere Porträts ehemaliger Polizeichefs, allesamt Männer. Niklas Holm sah ernst drein. Zuerst möchte ich Ihnen mein Beileid aussprechen für Ihre Freundin. Danke, aber ich kannte sie kaum. Sie war meine Friseuse. Ja, ich habe die Gründe gehört, weswegen sie dort waren und so weiter. Bis dahin klingt alles plausibel. Aber mittlerweile, Amanda, sind sie in zwei ernste Vorfälle verwickelt. Erst ein Mordversuch gegen sie, dann ein Mord an einer Bekannten von ihnen. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, bevor noch mehr geschieht. Diese Dinge haben doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Können wir da sicher sein? Ich komme geradewegs zur Sache. Mir wurde zugetragen, dass Sie mit einer sehr kriminellen Person verkehren sollen, und wenn das stimmt, müssen wir dem auf den Grund gehen. Ich habe den Eindruck, dass Sie viel mehr wissen, als Sie bislang gesagt haben über das Attentat auf Sie beispielsweise. Das ist nicht hinnehmbar, und Ihre Eignung für den Polizeidienst steht in Frage. Was haben Sie selbst zu sagen? Wenn das so ist, habe ich eine Gegenfrage, Niklas Holm. Sind Sie der Ansicht, dass jemand, der seine Strafe abgesessen hat, für immer kriminell ist? Sie geben also zu, dass Sie mit diesem Adnan Nassimi, so heißt er doch, zusammen sind? Ich habe gar nichts zugegeben. Ich habe mich nur nach Ihrer Einstellung erkundigt. Und als Antwort auf Ihre Frage, ich habe Adnan Nassimi in einem polizeilichen Kontext getroffen. Wie jemand auf die Idee kommt, dass wir zusammen sein sollen, weiß ich nicht. Niklas Holm seufzte. Sie waren innerhalb kurzer Zeit in zwei Vorfälle verwickelt, die beide mit Ihrem Privatleben zusammenhängen, und Sie zeigen sich nicht sehr kooperativ. Ich habe entschieden, dass Sie in den Innendienst gehen, bis dies alles geklärt ist. Es gibt zu viele Fragezeichen. Niklas Holm blickte zu Amanda und schien auf eine Reaktion zu warten. Als diese ausblieb, fuhr er fort. Sie werden bis auf weiteres im Uniformlager in Rosaberje arbeiten. Dort ist man bereits informiert, man weiß, dass sie am Montag anfangen. Das ist zu ihrem eigenen Wohl. Amanda lächelte ihren Polizeichef an, sah, dass er Mühe hatte, ihre Signale zu deuten. Vielen Dank, dass Sie an mein Wohl denken. Ich bin unerhört geschmeichelt. Nur ist es so, dass auch ich ein paar Informationen erhalten habe. Das betrifft zwar nichts Illegales, aber man kann durchaus sagen, dass es moralische Zweifel aufwirft. Amanda blickte auf einen verwirrten Niklas Holm und merkte, dass er nicht den leisesten Schimmer hatte, wohin das führen würde. Sie holte ihr Handy hervor, suchte heraus, was sie ihm zeigen wollte und legte es vor ihn auf den Schreibtisch. Es gäbe sicherlich eine Reihe von Leuten, die ihre Eignung in Frage stellen würden, als oberster Polizeichef und als Ehemann. Oder was meinen Sie? Niklas Holm nahm das Telefon und säppte durch die Bilder. Amanda fuhr fort. Sie können sie gern löschen, wenn Sie wollen. Ich habe Kopien. Aha. Und was wollen Sie damit erreichen? Ich möchte, dass Sie auf meiner Seite sind. Dass Sie es nicht akzeptieren, wenn Mitarbeiter üble Gerüchte über andere verbreiten. Und dass Sie verstehen, dass ich in dieser Sache das Opfer bin, nicht die Verdächtige. Er nickte schweigend. Natürlich darf ich meinen jetzigen Posten behalten, wenn ich will. Amanda blickte Niklas Holm scharf an. Aber Sie werden mir auch die Ermittlungen über den Mord an Jensine Sandström übertragen, da Sie der Meinung sind, dass ich mich mit dem Fall am besten auskenne. Ihnen ist wohl klar, dass ich das nicht tun kann. Wie sollte das aussehen? Sie hatten ja noch nie zuvor eine solche Verantwortung. Amanda nahm das Handy und hielt es Niklas Holm unter die Nase. Das hier bitte nicht vergessen. Außerdem hatte ich während meiner Anwärterzeit Ermittlungsdienst und habe von dort hervorragende Referenzen, verfasst von Kommissar Magnus Blomberg. Ich bin absolut in der Lage, eine Mordermittlung zu führen, und ich werde ins fünfte Stockwerk hochgehen und mit dem Morddezernat zusammenarbeiten. Ich fange am Montag an und hoffe, dass die Kollegen informiert sein werden. Niklas Holm starrte Amanda an. Magnus Blomberg sagen Sie? Ja, er war mein Chef im Raubdezernat. Aha, da sieht man mal. Gibt es ein Problem damit? Nein, ich dachte nur. Er verstummte. Amanda wurde auf einmal klar, wer hinter Niklas Holms hastiger Entscheidung steckte, sie ins Uniformlager zu versetzen. Sie triumphierte innerlich, sowohl der Polizeichef als auch der Herr Kommissar würden wie begossene Pudel dastehen. Amanda verließ das Büro, Sie war Vicky einen großen Gefallen schuldig. Sie fischte ihr Handy hervor und musterte die Fotos, die Vicky ihr geschickt hatte. Darauf war deutlich zu erkennen, dass der Polizeichef von Westerwurth nicht immer so korrekt gekleidet war wie heute. Und ebenso deutlich war zu sehen, dass es sich bei der Frau, die neben ihm im Bett lag und ihm das Haar zerzauste, nicht um seine Gattin handelte. Wir nähern uns Heiligabend. Ich weiß nicht, wie wir dieses Jahr feiern werden, ob wir zu meinen Eltern fahren, wie üblich oder nicht. Magnus weiß nicht einmal, ob er arbeiten muss. Das klingt merkwürdig, aber so ist es wohl mit seinen Ermittlungen. Scheint wichtiger zu sein als alles andere. Gestern bin ich nach der Arbeit in die Stadt gefahren, um ein paar Geschenke zu kaufen. Joachim hat mich begleitet. Er müsse sowieso in die gleiche Richtung, hat er behauptet. Ich frage mich, was gerade passiert. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch, wenn ich mit Joachim zusammen bin. Ich bin die ganze Zeit über fröhlich und zugleich nervös. Ich weiß nicht richtig, wie ich mich benehmen soll. Ich habe den Eindruck, etwas Verbotenes zu tun. Wir sind in ein richtig gemütliches Café namens Wetebühlen gegangen und Joachim hat das größte Zimtbrötchen bestellt, das ich je gesehen habe. Es passte nicht einmal auf einen großen Teller. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich habe angefangen, von der anderen Seite zu essen. So ging es bestimmt eine Viertelstunde lang und wir haben uns immer näher zueinander gekämpft. Es war völlig verrückt. Zum Schluss hat er mich geküsst. Ja, kaum zu glauben. Er hat mich geküsst und es war total schön. Aber jetzt bin ich verwirrt. Was ist, wenn er nur mit mir spielt? Warum sollte er mich haben wollen? Er ist doch so jung und hübsch. Er könnte jede haben. Und ich habe schließlich Magnus. Ich sehne mich nach Montag, wenn ich wieder zur Arbeit gehen kann. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Was werde ich anziehen? Ach, diese alte Jacke kann ich auf keinen Fall mehr tragen, total Bieder. Jetzt nehme ich erst mal ein heißes Bad und versuche, meine Gedanken zu ordnen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Heute war Samstag. Ein freier Samstag für Magnus. Und den würde er mit so vielen sozialen Aktivitäten füllen, dass es für ein Jahr im Voraus reichte. Zuerst würden er und Pia zu seiner Mutter fahren und ihr beim Putzen der Wohnung vor Weihnachten helfen, dann würden sie bei Pias Eltern zu Abend essen. Darauf hatte Magnus überhaupt keine Lust, aber manchmal musste man sich opfern. Es war schon eine Weile her, seit er Christa und Inga Lil gesehen hatte, mehrere Monate, vielleicht sogar schon ein halbes Jahr. Konnte es wirklich schon so lange her sein? Ein Tag raus aus dem Irrenhaus konnte eigentlich nicht schaden, kaum zu fassen, was derzeit im Revier abging. Niklas Holm hatte Amanda die Ermittlungen an einem Mord übertragen. Hatte er Holm irgendwie vor den Kopf gestoßen? Na, der konnte ihn mal kreuzweise. Als Magnus die Treppe hinabkam, war Pia schon angezogen und wartete im Flur auf ihn. Frühstücken wir nicht erst? fragte er. Wir könnten unterwegs etwas kaufen und dann mit deiner Mutter essen. Das freut sie sicher. Ja, da hast du recht. Daran habe ich nicht gedacht. Er sah sie an. Sie wirkte munter und fröhlich. Ihre Augen leuchteten. Er ging zu ihr und küsste sie auf den Mund. Guten Morgen. Wie schön du heute bist. Komm, beeilen wir uns. Ich habe einen Bärenhunger. Sie drehte sich um und ging ins Freie. Die eiskalte Luft schlug ihm entgegen, als er vor die Tür trat und dabei seine Frau von hinten anblickte. Er aktivierte den Alarm, ging hinaus und schloss die Tür ab, sperrte wieder auf und ging hinein, deaktivierte den Alarm, wiederholte die Prozedur. Pia hatte bereits den Motor angelassen, der neue BMW X5, dunkelblau. Die Versicherung hatte sich ausnahmsweise nicht lumpen lassen. Magnus' Mutter saß wie immer auf ihrem Winzerstuhl und blickte auf den Innenhof hinab. Noch gab es dort nicht mehr zu sehen als die Vögel, die in einem Futterhaus Körner pickten. Sie hatten zusammen gefrühstückt und es schien, als habe dies seiner Mutter gefallen, obwohl sie nicht sehr viel gegessen hatte. Sie sah noch abgemagerter aus als sonst und ihre Augen wirkten eine Nuance bleicher. Pia und er reinigten die ganze Wohnung, wischten und staubsaugten, putzten die Spiegel, machten den Kühlschrank sauber, holten Weihnachtsschmuck aus dem Keller, wechselten die Vorhänge und stellten Weihnachtsfiguren auf, kümmerten sich um alles. Nur auf einen Baum verzichteten sie, der ließ zu viele Nadeln. Und Inga war voll zufrieden mit dem Tannenbaum, der jedes Jahr im Hof mit Lichtern geschmückt wurde. Ihr seid so lieb, Kinder. Ist doch klar, dass wir helfen, das macht uns Spaß sagte Pia. Es duftet so gut. Magnus fand das auch. Sie hatten gelüftet und den alter Menschgeruch aus der Wohnung vertrieben. Aber was hast du dir denn an deinem Arm getan, Liebes? Pia schob den Ärmel über den blauen Fleck, der sich inzwischen gelb-grün gefärbt hatte. Nichts, ich bin nur über einen Teppich gestolpert. Inga schwieg. Wandte den Kopf zum Fenster und blickte wieder auf das Futterhaus. Ihr wart sehr nett, liebe Kinder. Magnus machte den Kühlschrank zu. Es war Zeit zu gehen. In Christers und Inga Lils Reihenhaus hatten sich auch Weihnachtsmänner, Engel und Kerzen eingeschlichen. Das war vermutlich vor allem Inga Lils Verdienst. Christa überanstrengte sich nicht unbedingt, was den Haushalt betraf. Außer wenn es darum ging, für mehr Leute als nur sie beide zu kochen. Dann verbannte er seine Frau aus der Küche, bereitete stets ein extravagantes Drei-Gänge-Menü zu, das in der Regel das meiste übertraf, was Magnus je gegessen hatte. Und dazu servierte er immer ausgesuchten Wein. Pias Vater hatte ein Faible für alkoholische Getränke und gönnte sich oft ein Glas zu viel. Magnus vermutete, dass Christa ohne Inga Lil einer jener Kandidaten wäre, die er regelmäßig auf den Parkbänken einsammelte. Christa kam aus der Küche und brachte den Aperitif, hübsch in Cocktailgläser gefüllt mit je einer Kirsche. Pia lehnte ab, sie müsse fahren. Aber bis dahin dauert es doch noch mehrere Stunden, sagte Christa. Inga Lil ließ den Blick zwischen Magnus und Pia hin und her wandern und machte eine Miene, die besagte: Ich verstehe. Im Moment ist Alkohol vielleicht nicht so gut für unsere Tochter Christa. Pia verzog das Gesicht und sah genervt aus. Oder enttäuscht? Magnus nahm ein Glas entgegen, nippte daran. Um Annelie später den ganzen Abend über auszuhalten, fing er am besten schleunigst zu trinken an. Blöde Fotze. Sie und ihr Trottel von Mann und die beiden Kinder waren noch nicht da. Typisch immer zu spät. Und die Schuld daran gaben sie immer den Kindern. Als die Familie schließlich eine Stunde später auftauchte, sagten sie fast gleichzeitig, dass Lukas beim Hockeytraining länger als sonst gebraucht habe. Magnus lächelte und sagte, dass das gar nichts mache. Und er meinte es auch. Die erste Stunde war ruhig und friedlich verlaufen. Magnus öffnete sein zweites Bier. Wie läuft es bei der Arbeit? fragte Pelle. Bestens viel zu tun. Wir sitzen quasi Tag und Nacht an einem großen Fall. Seine Lippen lächelten pelle wandte sich an pia. "und du?" "anneli meinte, du hast einen neuen posten?" "na ja, man hat mir einen neuen posten angeboten, aber ich habe mich noch nicht entschieden." magnus blickte pia fragend an. "was denn? davon hast du gar nichts erzählt?" "nein, ich habe nicht viel darüber nachgedacht." "aber du hättest doch?" magnus packte seine bierdose fester. "wie schön! was ist es denn? Ja, raus mit der Sprache, sagte Inga Liel. Richard möchte, dass ich und noch jemand bei einem neuen Projekt dabei sind. Ich habe gesagt, dass ich es mir überlegen werde. Es würde zu Anfang sehr viel Arbeit bedeuten. Dann wärst du dort eine Art Chef? Inga Liel strahlte. Äh, Teamleiterin wäre vielleicht eine bessere Bezeichnung. Mensch, wie schön. Glückwunsch, Liebling. Magnus drückte Pia. »Wer außer dir ist noch betroffen, sagtest du?« »Jocke Perlstedt.« Magnus nahm ein paar tiefe Schlucke von seinem Bier, Inga Lil gackerte aufgeregt, und Christa war stolz wie ein Gockel. Annelie und Pelle Trottel sprühten vor begeisterten Fragen über Pias und Jockes neue Arbeit. Magnus entschuldigte sich und ging ins Badezimmer. »Joachim Perlstedt. Magnus war ihm einmal begegnet, das reichte, eine überkandidelte Figur mit flaumigem Dreitagebart. Es war erniedrigend, nicht vor den Eltern eingeweiht worden zu sein, wenn sogar Annelie und Pelle davon wussten. Aber er würde sich beherrschen und sich nichts anmerken lassen. Blickte auf sein Handy, bevor er wieder hinausging, befürchtete etwas Wichtiges zu verpassen. Vor allem hoffte er auf einen Anruf von Samir. Sie hatten nach dessen Abstecher in den Knast ein paar Mal miteinander gesprochen, aber der Junge hatte nichts Interessantes liefern können, wusste nicht einmal, wo sich sein Bruder herumtrieb, versprach sich anzustrengen, wollte nur zu gern, dass Magnus den Staatsanwalt bearbeitete, damit dieser den Vorwurf der Vergewaltigung fallen ließ. Aber das Display zeigte nichts an, weder Samir noch sonst jemand hatte angerufen. Er holte tief Luft und legte sein selbstsicheres Ich wieder an, ging zurück in den Hühnerstall. Adnan hockte schweigend auf der Rückbank und blickte aus dem Seitenfenster. Sie waren unterwegs zur Feuerwache von Wellingbü, um dort einzubrechen. Es war pechschwarz draußen und der Schneematsch klatschte von unten gegen den Wagen, während der Regen auf das Blech trommelte. Auf den Vordersitzen saßen Ja und Alex Rüas. Alex war einer der Kumpane, die zusammen mit die Jahr für den Goethebaugraub gesessen hatten, war nur wenige Tage nach die Jahr freigelassen worden, eine Art Geschenk des Himmels. Alex war die perfekte Verstärkung, breit und hoch, bewegte sich mit ausholenden Gesten, schreckte vor nichts zurück. Alex würde den angsteinflößenden Eindruck bei der Attacke übel erhöhen. Der einzige Nachteil, der Kerl zog Probleme magisch an, geriet häufig in Prügeleien. Wurde alle paar Tage von den Bullen festgenommen und musste Urinproben abgeben. Adnan konzentrierte sich auf die Scheinwerfer, die hinter ihnen auftauchten, spannte sich jedes Mal an, wenn verdächtig lange in ihren Wagen geleuchtet wurde. Die hatte noch einen Ford Escort für die Mission der Nacht kurz geschlossen. Ein Escort war das Beste, meinte er, am einfachsten zu starten. Midan hatte heute frei. Seinen geglückten Ladenüberfall hatte er mit einer fetten Spritze gefeiert. Ja, war deswegen komplett ausgetickt. Aber als Alex unerwartet aufgetaucht war, hatte er sich wieder beruhigt, wollte Midan eigentlich von der Liste streichen, musste aber einsehen, dass sie ihn brauchten. Die Zeit war zu knapp, um einen anderen zu suchen. Adnan hatte Sascha bei einem Mittagessen in dessen Café bearbeitet. Sascha hatte Adnan seltsam angesehen, als dieser ihm alles erzählt hatte. Dann war er zum Tresen gegangen und hatte Kunden bedient. Als er zurückkam, lag ein Funkeln in seinen Augen. Ihr müsst den Überfall so timen, dass ihr genau dann zuschlagt, wenn sie den Tresor öffnen. Bevor sie ihre Tragetaschen scharf stellen können, sonst ist es gelaufen. Jeder Schein wird gefärbt. Adnan schluckte den letzten Bissen seines Essens hinunter. Ich weiß, da kommst du ins Spiel. Sascha streckte ihm seine geballte Faust hin. Abgemacht. Die Feuerwache war Alex' Idee gewesen. Hier gab es Werkzeug, das sie beim Überfall brauchen würden. Sie zogen Handschuhe und Mützen an, bevor sie ausstiegen, schlichen zur Fahrzeughalle der Feuerwache. Alex machte sich daran, mit einem Glasschneider lautlos ein Loch in eines der Fenster zu schneiden, streckte den Arm durch die Öffnung, ein Klicken und die Tür war offen. Adnan sah, dass Alex auf einen Türöffner gedrückt hatte, ihm wurde klar, dass Alex verdammt gut informiert war. Sie gingen nacheinander hinein, verloren kein Wort direkt zu den Stauräumen, in denen das Werkzeug aufbewahrt wurde. Adnan folgte dem wandernden Schein der Taschenlampe, als Alex die Gegenstände beleuchtete. Eine Minute fühlte sich an wie zehn. Adnan fand, dass alles zu lange dauerte, er hörte sich selbst atmen und versuchte kürzere Atemzüge zu nehmen, sah, dass Alex eine Hydraulikpumpe fand. Er wühlte weiter und holte einen Schlauch und eine Rettungsschere hervor, die zu der Pumpe gehörten. Dann gab Alex ihn mit einem Wink zu verstehen, dass sie abhauen sollten. Streckte sich und packte noch einen Rambock, den er an Adnan weiterreichte. Was wollte er denn damit? Er sagte nichts. Sie trugen die Werkzeuge zum Wagen und Adnan achtete darauf, nicht im Schneematsch auszurutschen. Bereute, dass er Tonschuhe für diese nächtliche Mission angezogen hatte. Das war eigentlich eine bewusste Entscheidung gewesen, für den Fall, dass sie davonlaufen mussten. Sie luden das Zeug in den Wagen und fuhren davon. Adnan bewegte die Zehen, was ein schmatzendes Geräusch in seinen Schuhen verursachte. »Wozu brauchen wir den Rambock?« Alex zuckte mit den Schultern. »Sowas ist immer praktisch. Man weiß nie, was passiert.« Sie fuhren direkt nach Kungsholmen zu Medans Wohnung, schleppten die Sachen in einen leeren Vorratskeller, den sie aufgetan hatten, und verschlossen ihn mit einem Hängeschloss. Am nächsten Tag gab es eine Besprechung in Milans Wohnzimmer. Alle vier waren da. Die Jahr stand vor einem Whiteboard, das er zu diesem Zweck gekauft hatte. Er sah aus wie ein richtiger Unternehmer, der seine Angestellten instruierte. Mit einem roten Stift zeichnete er das Parkhaus der Chista Galleria, zeigte wo man hinein und hinaus kam und welche Strecke der Geldtransporter fuhr. Ich checke das heute Abend dort nochmal, sehe, ob sie immer noch gleich fahren. Dia machte ein großes Kreuz an die Stelle, wo der Tresor lag. Wir können nicht mit einem Auto rein. Das Risiko, nicht mehr rauszukommen, ist zu groß. Es gibt hier nur eine Ausfahrt und eine Einfahrt, die können Sie leicht verriegeln. Midan hob den Kopf. Fahren wir mit Mopeds? Keine Fahrzeuge da drin. Wir schleichen uns zwischen den Säulen ran und hauen auf demselben Weg wieder ab. Fluchtwagen Nummer eins muss ganz in der Nähe stehen. Damit gelangen wir zu Fluchtwagen Nummer zwei, der maximal einen Kilometer entfernt wartet. Ich suche eine gute Stelle. Wir haben noch viel zu erledigen. Ich kümmere mich um die Autos. Adnan, schreib eine Liste. Adnan ging in die Küche, um etwas zu suchen, auf das er schreiben konnte. Er fand ein paar geöffnete Briefe und nahm eines der Kuverts. Er schrieb ihren Namen darauf und notierte Fluchtwagen eins und zwei unter die Jahr, daneben Alex, der Wurfeisen, Klamotten und Masken organisieren würde. Zusammen würden Alex und Diar Waffenattrappen in einem Laden am wegen klauen. Sie würden absichtlich eine der Attrappen beim Transporter liegen lassen, damit der Überfall im Falle einer Verhaftung weniger hart bestraft würde. Die richtigen Waffen sollte Alex besorgen. Adnan hatte keine Ahnung, wie Alex das anstellen würde, aber es schien, als hätte er gute Kontakte. Midan sollte eine Tasche beschaffen, die sie als Bombenattrappe verwenden würden, und eine Kette, an der sie befestigt werden konnte. Adnan würde eine Tasche für das Geld besorgen und eine sichere Stelle ausfindig machen, an der sie es danach verstecken konnten. Er hatte sich auch um Handys zu kümmern, die sie beim Überfall benutzen würden. Die Liste wurde länger und länger. Die Uhr tickte. Adnan nahm die U-Bahn nach Rinkebü, hasste das immer noch wie die Pest. Aber bald würde sich das ändern. Welche Karre würde er sich kaufen? BMW oder Benz? Er stieg bei Rinkeby Bütorje aus und fuhr mit der Rolltreppe hoch, kam in einer neuen Welt heraus, verglichen mit Kungsholmen, wo er eingestiegen war. Statt alter, gepflegter Häuserfassaden grauer Beton, statt enger Hosen und trendiger Mützen, lange Röcke und schwarze Schals. Adnan ging in das Café, das gleich neben dem Platz lag, Treffpunkt der Somalia. Es war spärlich eingerichtet mit kahlen Holztischen und wackligen Plastikstühlen. Adnan sah sich nach dem Mann um, den er suchte, ging zu einer Gruppe von Somaliern, die um einen Tisch hockten. Habt ihr Schamark gesehen? Sie schüttelten den Kopf. Er kommt meistens so gegen fünf. Adnan blickte zur Uhr. Halb fünf. Typisch. Aber es hätte schlimmer sein können. Er bestellte ein Sandwich und eine Cola und setzte sich mit einer Zeitung, beobachtete die Gruppe am Nebentisch. Sie spielten Poker. An weiteren Tischen saßen auch nur Männer. Jeder hatte eine weiße Tasse vor sich stehen. Keine Frauen. Das war eine ungeschriebene Regel. Um zehn nach fünf kam Schamark. Adnan ging zu ihm und sagte Hallo, erklärte, was er haben wollte. Schamark grinste und entblößte eine Zahnreihe, die gelb-schwarz war vom vielen Cut, das er über die Jahre gekaut hatte. Schamark konnte immer liefern. Was er nicht hatte, besorgte er mit ein paar Anrufen gestohlene handys kamen am laufenden band herein angeschleppt von kleinen jungs die sich ein bisschen was dazu verdienen wollten eine viertelstunde später verließ adnan das café mit fünf handys von verschiedenen farben und modellen shamak war einen tausender reicher mit scheinen aus assis laden von linkebü fuhr adnan zurück nach kungsholmen und steuerte die Galeria an samir hatte ihn angerufen und wollte ihn treffen Adnan hatte seit der Vergewaltigungsgeschichte kaum mit seinem kleinen Bruder geredet, nur ab und zu kurz am Telefon. Samir wartete am Eingang. Mal was Neues dich in der Stadt zu sehen? Samir blickte auf. Zu Hause kann ich nicht mehr weggehen, alle starren mich an. Adnan nickte, er fühlte mit seinem Bruder mit. Sie gingen in die Galerie und schlenderten an den Schaufenstern entlang. Warum hat sie dich überhaupt angezeigt, diese Braut? Es war nicht sie. Ihre Mutter hat scheinbar Wind von mir bekommen. Ich passte wohl nicht zu ihrem Lebensstil oder so. Hab seitdem nicht mit ihr gesprochen. Sie hat auch nicht angerufen. Und was lernen wir daraus? Spiele niemals mit einer Puppe aus anderen Kreisen. Kaum hatten die Worte seinen Mund verlassen, fiel ihm sein eigener Fehler ein. Plötzlich hatte er das Bedürfnis zu erzählen von Amanda. Ich habe auch ein Mädchen kennengelernt, das nichts für mich war. Sie war bei den Bullen. Samir riss die Augen auf. Du warst mit einer Polizistin zusammen? Ich glaube, ich spinne. Ich wusste es ja nicht. Hab es erst im Nachhinein gecheckt. Aber du erzählst das niemandem. Nein, Mann. Was ist denn passiert? Ich hab's rausgekriegt. Die scheinen heutzutage alles zu tun, um Leute auszuspähen, aber das hätte ich niemals gedacht. Dass sie dich berufsmäßig getroffen hat, meinst du? Ja. Adnans Handy klingelte, er ging ein Stück zur Seite. Wer war das? fragte Samir, als er zurückkam. Sascha. Sascha in Chista? Seht ihr euch? Adnan nickte. Sind sie immer noch hinter dir her, diese Jugoslawen? Ich nehme es an. Aber ich habe einen Plan, Alter. Mama wäre fast gestorben. Sie können das jederzeit wieder machen. Ist dir das egal? Ich habe doch gesagt, dass ich einen Plan habe. Ich will dabei sein. Adnan musste lachen. Hör auf, Herr zukünftiger Oberkommissar. Damit ist es jetzt vorbei. Das ist doch klar. Und du findest das wahrscheinlich gut. Adnan dachte an den Tag zurück, als die Bullen Samir wegen der Vergewaltigung verhaftet hatten. Als er so viel Angst hatte, dass er sich vollgepisst hatte. Was hatte ihn in den letzten Monaten so verändert? Sobald einmal alles ruhiger war, würde er sehen, dass er seinen Bruder öfter traf. Ehrenwort. Ist schon ein bisschen komisch, dass wir heute hier oben hocken, findest du nicht? meinte Vicky. Amanda blickte sich in der Küche des fünften Stocks um, wo das Morddezernat und die Raubkommission saßen. Ja, aber wir werden uns schnell daran gewöhnen. Ich kann immer noch nicht fassen, wie du das durchgezogen hast. Wir werden bestimmt noch dafür bluten müssen. Wieso sollten wir? Ich glaube nicht, dass Niklas Holm großes Interesse daran hat. Und wenn wir dazu noch gute Arbeit machen, wird sich niemand beklagen, oder? Vicky schüttelte den Kopf und sah unglücklich drein. Ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass du die Fotos auf diese Weise benutzt. Das ist total peinlich. Stell dir vor, wenn ich ihm das nächste Mal begegne. Wenn sich einer schämen sollte, dann doch er. Hör auf, ihn ständig in Schutz zu nehmen. Denk jetzt mal an dich. Ich will dich bei diesen Ermittlungen dabei haben und dafür habe ich gesorgt. Niklas Holm kann von der ganzen Situation halten, was er will. Hm. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen mehr wie du. Ich bin zu naiv, wenn es um Kerle geht. Ja, das bist du. Amanda lächelte und Vicky sah entspannter aus als wenige Minuten zuvor. Da ist ja auch Krippe. Krippe Nilsson war zum Leiter der Voruntersuchung im Selbstmordfall ernannt worden, wie die Kollegen im Morddezernat den Mord an Jensine nannten. Amanda hatte bislang noch nicht mit Krippe gearbeitet. Er war ihr aber aufgefallen, als sie beim Raubdezernat gewesen war. Die beiden Einheiten kooperierten viel und Krippe wirkte ehrgeizig, vor allem aber wie jemand, der eine aufrechte Haltung vertrat. Jetzt saß er Amanda und Vicky gegenüber, die Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt. Vor sich hatte er die Ermittlungsakte. »Ich bin das Material durchgegangen. Momentan kann ich nichts sehen, was auf Mord hindeutet, außer der Tatsache, dass diese Frau niemand zu sein schien, die sich das Leben nehmen würde. Und du kanntest sie?« Klippe sah Amanda an. »Ja, oberflächlich. Sie war meine Friseuse, und ich habe sie ein paar Tage vorher noch gesehen. Da war sie überaus guter Laune.« »Ihr kanntet euch also nicht besonders gut?« »Nein, sie hat mir nur die Haare geschnitten.« dann habe ich sie ja auch gefunden und ich weiß einfach, dass da irgendwas nicht stimmt. Knippe blätterte in seinen Papieren. Die Techniker haben nichts entdeckt, was auf Gewalteinwirkung hinweist. Allerdings haben sie ein paar Haare gefunden, die sie zur Analyse eingeschickt haben und einen schönen Fußabdruck. Aber Haare können sich ja aus verschiedenen Gründen dort befinden. Vielleicht hatte sie Besuch. Amanda legte ihre Karten auf den Tisch ohne ihre persönlichen Interessen zu verraten. Die Sache ist die. Ich habe mehrere Selbstmorde in den vergangenen Jahren entdeckt, die Jensines Fall ähneln. Eine davon ist eine Frau, die ich wenige Tage vor ihrem Tod gesehen habe. Da war sie vergewaltigt worden. Die anderen Fälle sehen alle ähnlich aus. Sämtliche Frauen wurden vergewaltigt und haben kurz darauf Selbstmord begangen. Stirnrunzeln. Amanda fuhr fort. Ich habe bisher sieben Fälle gefunden, aber ich werde noch genauer nachsehen, ob da nicht noch andere sind. Und wie kommt es, dass du die Fälle durchgegangen bist? Ich hatte dasselbe Gefühl bei Stella, so hieß sie. Ein Kollege und ich waren bei ihr, weil sie vergewaltigt worden war. Sie hatte furchtbare Angst und wollte kaum etwas sagen. Dann hat sie sich ein paar Tage später das Leben genommen. Und das passt einfach nicht. Sie war irgendwie zu robust. Ist Jensine vergewaltigt worden? fragte Vicky. Ja. Was? Das habe ich nirgends gelesen, sagte Knippe. Nein, ich habe noch nichts gesagt, weil ich mir selbst nicht sicher war. Aber sie hat mir gegenüber eine Sache erwähnt, die angeblich vor längerer Zeit passiert ist, dass sie einmal gefilmt wurde, während sie Sex mit einem Kerl hatte und dass der es ins Internet gestellt hat. Dass es ihr damals beschissen ging, aber dass sie es hinter sich gelassen hat. Nachdem sie ermordet wurde, naja, da habe ich den Film im Internet gesucht und ich habe ihn gefunden. Amanda flüchtete sich in eine Notlüge, aber es stimmte ja fast. Du hast den Film gefunden? Krippe beugte sich über den Tisch. Ja, und in meinen Augen ist es eine Vergewaltigung. Sie sieht total weggetreten aus und scheint überhaupt nichts mitzukriegen. Leider ist das Gesicht des Mannes unkenntlich gemacht. Aber das kriegen vielleicht die Techniker hin, meinte Vicky. Krippe sah nachdenklich aus. Das ist hervorragend. Wir fangen mit dem Film an und schauen, ob das etwas gibt. Dann möchte ich, dass du uns die anderen Fälle vorstellst. Ja, ich werde sie noch genauer durchgehen. Gut, was für Ideen habt ihr noch? Knippe notierte sich etwas auf seinem Block. Amanda hatte in den letzten 24 Stunden an nichts anderes gedacht. Sie antwortete Erst befragen wir noch die Nachbarn, die wir bisher noch nicht erreicht haben. Dann könnten wir Jansines Kollegen vernehmen und sehen, welche Kunden sie in letzter Zeit hatte. Und wir sollten natürlich auch mit ihren Eltern reden. Dann wäre es vielleicht auch angebracht, mit den Angehörigen der anderen Frauen zu sprechen. Ihr Telefon liegt bei uns, das wollte ich mir heute ansehen. Moment, warte mal. Wir sollten die Angehörigen noch nicht kontaktieren. Denk mal nach, sie leben in dem Glauben, dass ihre Töchter sich das Leben genommen haben, was vielleicht auch zutrifft, und dann tauchen auf einmal wir auf und sagen, dass es auch Mord sein könnte. Das geht nicht. Wir müssen erst schauen, wohin das hier führt. Okay, klar. Wir fangen mit Jensine an und dem, was wir haben. Dann müssen wir hoffen, dass die Befragungen etwas Neues bringen. Amanda und Vicky nickten. Ihr könnt mich den ganzen Tag auf dem Handy erreichen. Sonst treffen wir uns am Nachmittag noch einmal zu einer Besprechung, sagte Krippe zum Abschluss. Das hat ja ewig gedauert. Meine hatten nichts Brauchbares zu sagen. Deine? Vicky wartete bereits im Wagen und schlürfte ein Proteingetränk aus einer Plastikflasche. Ich glaube, wir haben da was. Ein siebenjähriger Junge hat an dem Abend zwei Männer im Treppenaufgang getroffen. Amanda setzte sich neben sie. Er kann keine genaue Beschreibung geben, aber sie sprachen nicht Schwedisch, und einer von ihnen hatte eine große Narbe im Gesicht. Weiß er, zu welcher Wohnung sie gegangen sind? Amanda schüttelte den Kopf. Vicki fuhr fort. Und ich hatte fast gehofft, dass du dich täuschst. Warum? Und was denkst du? Wenn Jensine wirklich ermordet wurde, kurz nachdem du sie getroffen hast, hat es ja etwas mit dir zu tun. Und dann ist da dieser Adnan, mit dem du was hattest. Das ist verdammt gefährlich, Amanda. Wir reden von der jugoslawischen Mafia. Nein, das hier sind andere. Wieso sollten das andere sein? Vicky's Stirnfalte trat wieder deutlich hervor. Das hat mit meiner Schwester zu tun. Jetzt kapier ich gar nichts mehr. Wieso mit deiner Schwester? Sie ist doch schon mehrere Jahre tot und sie hat sich das Leben genommen. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Amanda unternahm einen neuen Anlauf. Sanas Fall gehört zu den sieben, die ich heute früh erwähnt habe. Sie spürte, dass Vicky sie anstarrte. Jensine war Sannas beste Freundin. Sie hingen ständig zusammen rum und ich weiß, dass Jensine nicht alles erzählt. Erzählt hat. Sie ist tot. Wir müssen mit Krippe reden. Das geht nicht. Wie das geht nicht? Sie können beim nächsten Mal hinter dir her sein. Wenn er das erfährt, wird mir der Fall entzogen. Man wird mich nicht im Fall meiner eigenen Schwester ermitteln lassen. Ich habe es dir nur gesagt, weil du es irgendwann sowieso entdeckt hättest. Na toll. Deswegen habe ich Dinge erfahren, die mit unseren gemeinsamen Ermittlungen zu tun haben. Ein paar kleine Details. Und du denkst nicht, dass Krippe etwas merkt, wenn er den Nachnamen deiner Schwester bemerkt? Palla ist ja unheimlich weit verbreitet. Ich habe meinen Namen geändert. Früher hieß ich Dahlström. Frustriertes Schweigen. Vicky, ich will wissen, was mit Sanna passiert ist, und wenn ich das nicht selbst in die Hand nehme, wird das niemand sonst tun. Ich will nur, dass wir zusammen mit den Ermittlungen weitermachen. Ich brauche dich. Lass uns zurückfahren. Amanda nickte und ließ den Motor an. Die Lüftung blies mit voller Kraft los. Ich will keine weiteren Überraschungen mehr, sagte Vicky nach einer Weile. Amanda konzentrierte sich auf die Straße. Nein. Der Papierstapel auf dem Tisch war fast einen halben Meter hoch. Amanda war im Archiv gewesen und hatte die Vergewaltigungsfälle mit anschließendem Selbstmord hervorgesucht. Die Einbände der Akten hatten unterschiedliche Farben, je nach Jahr. Vicky kam direkt von Jensines Friseursalon und hatte noch ihre Jacke an. Krippe war in der Küche und holte den obligatorischen Nachmittagskaffee. Nachdem sie den Kollegen in der Einheit den Film mit Jensine gezeigt hatten, waren zwei Lager entstanden. Das eine fand, dass der Film ein Hinweis auf einen Mord sein könnte. Das andere meinte, dass die Vergewaltigung auf einen Selbstmord hindeutete. Nun, wie ist es bei euch gelaufen? Krippe ließ sich am Tisch nieder. Amanda berichtete von den Männern, die der Junge im Treppenhaus gesehen hatte. Das ist äußerst interessant, Knippe rieb sich das Kinn. Wie verlässlich erschien dir der Kleine? Er ist sieben, sagst du? Ja, er wirkte ziemlich aufgeweckt, ich glaube, dass es stimmt. Sonst noch etwas? Amanda trommelte auf den Aktenstapel vor sich. Ich bin die einzelnen Fälle genauer durchgegangen. Leider haben wir nirgends Beweise der Spurensicherung, da alle von Anfang an als Selbstmord eingestuft wurden. Allen gemeinsam ist jedoch, dass die Angehörigen nicht die geringste Ahnung hatten, dass es ihren Töchtern so schlecht ging und dass sie einen Selbstmord planten. Keiner hat einen Abschiedsbrief hinterlassen oder sonst irgendwas angedeutet. Außerdem sind alle zu Hause mit Hilfe von Drogen und Tabletten gestorben. Vicky öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Amanda hob die Hand. Kleinen Moment noch. Sie setzte neu an. Alle Frauen haben vor ihrem Tod Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet und keine konnte sagen, wer der Täter war. Eine hat angegeben, es zu wissen, wollte sich aber noch überlegen, ob sie seine Identität verraten wollte. Zwei Tage nach der Anzeige wurde sie tot aufgefunden und schaut hier. Amanda nahm das erste Blatt aus der ersten Akte und legte es vor Klippe und Vicky. Magnus Blomberg hat die Voruntersuchung beendet, keinen Ermittlungsbericht. Amanda griff zur nächsten Akte und zeigte deren erste Seite. Magnus Blomberg. Sie nahm die nächste. Magnus Blomberg. Soll ich weitermachen? Stille. Krippe schluckte. Scheiße. Alle dachten nach. Aber warum sollte Magnus Blomberg so viele Vergewaltigungen zu den Akten legen? fragte Vicky. Amanda zuckte mit den Schultern. Das frage ich mich auch. Klippe sagte nichts. Amanda wandte sich an Vicky. Was hast du im Salon rausgekriegt? Die Pause war ungewöhnlich lang. Adnan Nassimi war am selben Tag zum Haareschneiden dort. Heute bin ich nicht zur Arbeit gegangen. Mir blieb keine andere Wahl. So wie ich aussehe, konnte ich einfach nicht. Oh Gott, ich habe einen großen blauen Fleck am Rücken. Der lässt sich verstecken, aber die geschwollene Lippe nicht, die sieht aus, als hätte ich zehnmal Botox reingespritzt. Weiß nicht, was ich noch tun soll. Was ich mache, es ist falsch. Es war vielleicht dumm, Annelie vor Magnus von dem neuen Posten zu erzählen. Ich hab's ja nur getan, weil ich unsicher war, ob ich zusagen soll. Ich wollte einen Rat von ihr. Joachim und Annelie finden beide, dass ich als Teamleiterin perfekt passen würde. Ich hab' gezögert, aber das lag bestimmt daran, dass ich ahnte, dass Magnus ausrasten würde. Warum kann er sich nicht für mich freuen? Ich werde den Posten nicht annehmen. Ich habe keine Kraft für weitere Diskussionen. Jetzt nehme ich ein heißes Bad, danach kommt vielleicht etwas Gutes im Fernsehen, oder vielleicht lese ich ein Buch. Wir werden sehen, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit. Hoffentlich ist die Schwellung an der Lippe bis Weihnachten verschwunden. Magnus kippte einen großen Spritzer Bier über den Saunaofen, war schlapp nach dem Hockeyspiel mit den Kollegen. Es zischte und der heiße Dampf verbreitete sich über die beiden hölzernen Bankreihen. Seid ihr mit den Jugoslawen irgendwie weitergekommen? fragte Erik von der Bank in Richtung Magnus. Magnus schüttelte den Kopf. Die sind kaum im Auge zu behalten, wechseln ihre Telefone so oft wie die Unterhose. Und es traut sich auch keiner, das Maul aufzumachen, meinte Krippe. Sie kommen ja mit allem davon. Die Schießerei in Hüsbü ist so gut wie geklärt, aber ohne Ankläger kommen wir nicht weiter. Aber der Typ, auf den geschossen wurde, hat überlebt, oder? fragte Erik. Krippe antwortete, ja, aber er behauptet nichts zu wissen, dass er unter irgendeinem verdammten Gedächtnisverlust leidet oder so. Magnus wischte sich den Schweiß von der Stirn. Wie läuft's mit dem Selbstmord? Habt ihr was gefunden, das in eine andere Richtung weist? Es läuft gut, die Mädels sind richtig auf Draht, aber im Moment warten wir noch auf die Laborergebnisse. Aber wie sieht es denn aus? Ist es Mord oder nicht? Müssen wir noch sehen. Na, Jungs, Zeit für ein paar Bier, was? Krippe öffnete die Tür und die hereinströmende Luft kühlte angenehm. Meine Güte, der war ja maulfaul. Magnus leerte die Bierflasche und dachte über den vergangenen Tag nach. Er hatte mit Nova gearbeitet. Das Neueste? Diar Semakala und Alex Rüas sind aus der Untersuchungshaft entlassen und wurden im Grand Garbo in Sundbüberje gesichtet. Ausgerechnet. Und wer war noch dort gewesen? Niemand Geringeres als Adnan Nassimi. Magnus war ziemlich beeindruckt von Novas Überwachungstätigkeiten. Selbst hatte er nur die Telefonnummer des Arabers beitragen können, aber das hatte noch keine Wirkung gezeigt. Der Feigling von Staatsanwalt hatte eine Abhöraktion abgelehnt, war der Meinung, es gebe keine konkreten Hinweise, dass Nassimi wieder kriminell aktiv war. Stattdessen ließen Nova und Magnus mehrere Adressen überwachen. Ein Wagen beobachtete Diars Mietwohnung im Tainstergongen. Einer kümmerte sich um Alex Rüers Adresse, er war bei seiner Mutter gemeldet. Dort wohnte er mit ziemlicher Sicherheit nicht, aber mit etwas Glück tauchte er trotzdem dort auf. Magnus selbst hatte mit Petter in einem Saab in Rossünder gesessen, vor Amandas Haus. Magnus wusste, dass es pure Zeitverschwendung war. Die Chance, dass Nassimi dort vorbeispazierte, war extrem gering. Ebenso gut hätten die Jugoslawen ins Polizeirevier kommen und ihnen auf einer Karte zeigen können, wo die ganzen Leichen vergraben waren. Kurz nach elf Uhr am folgenden Tag landeten die Kollegen im Tenstergongen einen Treffer. Die Jahr Semakala kam aus dem Haus und stieg in einen Ford Escort, zwei Tage zuvor gestohlen. Semakala fuhr zum Jülster Kreuz und weiter in Richtung Orkala. Nova bündelte die Kräfte und zog die Wagen von den anderen Adressen ab. Magnus hörte im Polizeifunk, dass Semakala in der Gartan in Hüsbü angehalten hatte. Nach fünf Minuten stieg ein großer Mann zu ihm ins Auto. Mit größter Wahrscheinlichkeit Alex Rüas. Die Fahrt ging weiter zur Chista Galleria, wo sie in das Parkhaus fuhren, die Kollegen folgten ihnen. Der Escort drehte zwei Runden, ließ den Mann aussteigen, der einen Parkschein löste und wieder einstieg. Sie rollten weiter in Richtung Ausfahrt, öffneten die Schranke mit dem soeben gekauften Schein und fuhren wieder hinaus. Inzwischen waren Magnus und Petter auch vor Ort und lösten den ersten Überwachungswagen ab. Die Fahrt ging zur Kümmlinge-Umfahrung und weiter auf die E4, wo der Escort die Stadtmitte anpeilte. Nach einer Weile kam das dritte Überwachungsfahrzeug hinzu und Magnus und Petter bogen bei Studa Essingen ab, um nicht aufzufallen. Die Kollegen gaben per Funk den weiteren Verlauf durch. Sie folgten dem Wagen bis Hammerbü-Hafen. Dort parkten die beiden vor Triffig, einem Laden für Berufsbekleidung. Nach 15 Minuten in dem Geschäft kamen Semakala und Rührs mit mehreren Tüten unter dem Arm wieder raus und fuhren wieder in Richtung Stadtmitte. Magnus und Petter gingen in den Triffig und stellten fest, dass die beiden Männer vier blaue Overalls gekauft hatten. Um mehr Informationen zu sammeln, entschied der Nova-Teamchef, dass sie über den Diebstahl des Wagens hinwegsehen würden. Wichtiger war es, die Aktivitäten der Männer, ihren Aufenthaltsort, ihre Freunde zu kennen. Zehn Minuten später meldeten die Kollegen, dass sie den Escort in einem Industriegebiet aus den Augen verloren hatten, nicht mehr zu finden. Magnus schüttelte den Kopf, wollte nicht einmal daran denken, welche Infos ihnen damit durch die Lappen gingen. Stümper. Adnan und Midan bibberten vor Kälte in ihren Trainingsanzügen, schauten zu, wie Alex und Ja im Wald Krieg spielten. Mit einer MP5 in der Hand versteckten die beiden sich hinter Bäumen, lugten hervor, hoben die Maschinenpistole, gaben Schüsse auf Bierdosen ab, die in unterschiedlicher Höhe und in unterschiedlichem Abstand aufgestellt waren. Alex hatte ihnen alles erklärt. Das Magazin wurde von unten eingeführt. Zieht daran, um zu kontrollieren, dass es festsitzt. Zielen und schießen, wenn der Punkt auf das Ziel zeigt. Bewegt euch, um verschiedene Positionen zu üben. Tut so, als würde das Ziel sich bewegen. Alex gehorchte seinen eigenen Anweisungen und rollte im Schnee herum, als wären die Bierdosen zum Leben erwacht, erwiderte das unsichtbare Feuer, ging hinter Steinen, Büschen und Baumstämmen in Deckung. Woher hatte Alex die Waffen? Die MP5 gehörte zur Ausrüstung der Polizei und war alles andere als einfach zu beschaffen. Adnan sprach die Frage lieber nicht laut aus. Am besten wusste man so wenig wie möglich, wenn etwas schief ging, weniger Gefahr, sich zu verplappern. Dann waren Adnan und Miran an der Reihe. Alex kam zu ihnen und reichte Adnan seine MP5. Da! Adnan nahm sie entgegen, fuhr mit der Hand über das Verschlussgehäuse und das Visier, rüttelte zur Kontrolle am Magazin. Er war es nicht mehr gewohnt, eine Waffe in der Hand zu halten. Er machte ein paar Schritte nach vorn, zielte auf die nächste Bierdose, drückte den Abzug, vorbei, drückte erneut, vorbei hörte plötzlich eine Schusssalve, die neben ihm losging sah midan der seine mp5 auf die baumspitzen gerichtet hatte scheiße nochmal ich hab dir doch gesagt dass du nichts anrühren sollst alex rannte hin und riss midan die waffe aus der hand die muss auf Einzellfeuer eingestellt sein nicht auf dauerfeuer Schildmann! midan zitterte ich dachte das wäre ein ausknopf oder so was verfluchte scheiße Alex sicherte die Waffe und hängte sie sich um die Schulter. Mach weiter, Adnan. Du schießt wie ne Schwuchtel. Adnan behielt die Ruhe, hob die MP5 erneut, justierte ein paar Mikromillimeter nach, um das Ziel genau im Visier zu haben, drückte den Abzug, sah, wie die Rinde hinter der Bierdose in Fetzen davonflog, zielte erneut, drückte den Abzug. Vorbei. Fluchte laut. Seine Gedanken waren woanders. Adnan hatte Amanda am Vorabend getroffen, am Ufer des Brünsviken. Er fuhr mit dem Bus hin, wollte den Bullen nicht mit einem gestohlenen Escort in die offenen Arme fahren. Außerdem war der große Tag zu nah, da wäre es zu blöd, wegen so einer Dummheit geschnappt zu werden. Sie wartete auf ihn mit einer roten canada goose und einer schwarzen Mütze bekleidet. Das stand ihr. Sein Magen zog sich zusammen. Sein Vorsatz, wütend zu sein, kämpfte gegen etwas anderes. Sie sagten nichts, als sie sich trafen, blickten sich nur hastig an und spazierten dann am Wasser entlang. Wie geht es? Sie ergriff als erste das Wort. Gut, perfekt. Er zog die Kapuze seiner Jacke über die Mütze und schielte zu ihr hinüber. Es dampfte aus ihrem Mund, wenn sie atmete. Ihre Blicke kreuzten sich und er sah weg. Sie liefen eine Weile schweigend weiter. Er suchte nach etwas, das er sagen konnte. Was willst du? fragte er schließlich. Jensine ist tot. Wer? Wie zum Henker? Er hielt inne. Ich leite die Ermittlungen. Ich weiß, dass du bei ihr zum Haare schneiden warst. Totale Verwirrung. Was soll. Wolltest du mich deshalb sehen? Ist das hier eine Art Verhör oder was? Das ist kein Verhör, ich wollte es dir nur sagen. Warum denn, sie ist nur meine Friseurin? Wirklich? Warum betonst du das so? Ich weiß, dass du sie seit langem kennst, und ich weiß, dass du mit ihrer Freundin zusammen warst, dem Mädchen, von dem du mir in Sri Lanka erzählt hast, die gestorben ist. Adnan schüttelte den Kopf. Wer bist du eigentlich? Hast du Jensine über mich ausgefragt, oder um was geht es hier? Arbeitet die Polizei neuerdings so? Sag, was willst du? Ganz ruhig. Amanda war weitergegangen, und Adnan folgte ihr. Ja, ich wollte mehr über dich wissen, als wir uns kennengelernt haben. Also habe ich die Nummer deiner Friseuse rausgesucht und bin zu ihr gegangen. Das war vielleicht nicht ganz korrekt, aber ich bin ja Polizistin, wie du weißt. Bei deiner Vorgeschichte wollte ich hören, was jemand anderes zu sagen hatte. Jedenfalls habe ich es getan. War das richtig oder falsch? Sie zuckte mit den Schultern. Er sagte nichts. Und jetzt ist Jensine tot und du warst am selben Tag zum Haare schneiden dort. Und was zum Teufel hat das? Hoffentlich nichts. Aber meine Kollegen werden dich darüber befragen wollen. Adnan fluchte innerlich. Wieso um alles in der Welt musste das gerade jetzt passieren? Wie ist sie gestorben? fragte er. Das darf ich dir natürlich nicht sagen. Also denkst du, dass ich es war. Scheiße. Hab ich überhaupt gesagt, dass sie ermordet wurde? Aber klar, verdammt, das hast du gesagt. Nein, ich habe nur erzählt, dass sie tot ist. Versuch keine solchen Tricks mit mir. Was habe ich dir eigentlich getan? Ich glaube nicht, dass du es warst. Aber wie gesagt, ich kann dich auch nicht aus der Sache raushalten, wenn die anderen der Meinung sind, dass wir dich dazu vernehmen müssen. Sag mir alles, was du über sie weißt. Wer könnte ihr etwas antun wollen? Hat sie Drogen genommen? Wie hatte er es nur geschafft, in diesen Mist hineingezogen zu werden? Die Ja und Alex würden ausflippen, wenn sie das erführen. Früher hat sie welche genommen, aber jetzt nicht mehr, soweit ich weiß, sagte er. Was hat sie früher genommen? Vor allem Kokain, manchmal Ecstasy. Sie war eine Zeit lang ziemlich wild drauf, muss ich sagen. Wer? Jensine und Sanna, das Mädchen, das sich umgebracht hat. Mit der du zusammen warst, meinst du? Ja, mehr oder weniger. Ich habe dir ja erzählt, wie es war. Es fühlt sich verdammt komisch an, dass beide tot sind. Ja, glaube ich. Sie kamen an zwei jungen Männern vorbei, die sich unter einer Straßenlaterne leidenschaftlich küssten. Einer von ihnen stöhnte laut. Adnan und Amanda blickten sich mit großen Augen an, lächelten unwillkürlich. Als sie ein Stück von den beiden weg waren, lachte sie los. Pfui, die sollten wohl besser mal nach Hause gehen. Adnan lachte auch, hatte auf einmal Lust, sie zu umarmen, ihren Duft einzuatmen, alles Geschehene zu vergessen. Sie verstummten gleichzeitig, blieben stehen und schauten sich an, er machte einen Schritt auf sie zu, schob eine Haarsträhne weg, die sich an ihrer Oberlippe verfangen hatte, wollte sich vorbeugen und sie an sich drücken. Doch stattdessen sagte er Sind wir fertig? Sie schwieg eine Weile, bevor sie antwortete Weißt du wirklich nichts über Jensine? Nein, aber ich verspreche mich zu melden, wenn mir was einfallen sollte. Du brauchst nicht so ironisch zu sein. Ich weiß, es war nicht richtig, dass ich dich angelogen habe. Aber ich habe es gemacht, weil ich dich weiter treffen wollte. Das war total bescheuert. Jedem Idioten ist klar, dass das auf Dauer nicht klappen konnte. Glaub mir, ich wollte es dir sagen, aber ich habe nie die richtige Gelegenheit gefunden. Und ich wollte nicht zerstören, was wir hatten. Du und ich, wir hatten gar nichts. Er drehte sich um und ging zurück. Sie rief ihm etwas nach, aber er hörte nicht hin, spürte etwas in der Magengegend. Stiche. Überraschend stark. Adnan zielte erneut auf die Bierdose. Es nervte, dass Amanda in seinem Kopf herumspukte. Seine Gedanken waren blockiert. Aber eins war klar. Niemand würde je wieder auf ihm herumtrampeln. Nie wieder. Er hörte Alex hinter sich. Jetzt schieß doch verdammt nochmal. Eine alte Oma würde die Bierdosen schneller umknallen als du. Adnan fuhr herum, die MP5 im Anschlag, das Visier auf Alex' Stirn gerichtet, sah dessen erstaunten Blick, drehte sich wieder um und zielte auf die Bierdose, drückte den Abzug. Hörte das Scheppern, als die Dose umfiel, zielte auf die nächste, drückte ab, schoss fünf Dosen nacheinander ab, sicherte die Waffe und hängte sie um die Schulter. Alex kam zu ihm. Ziel nie wieder auf mich, du Arschloch. Adnan war zufrieden. Er hatte Dampf abgelassen. Amanda und Vicky hatten Emma Swonberg aufgesucht, die Freundin, die nach Stella didricksons Vergewaltigung bei ihr gewesen war. Sie saßen in einem Café im Wellingbü-Einkaufscenter. Emma mit einer kurzen schwarzen Lederjacke und einem rosafarbenen Schal. Amanda und Vicky mit großen Jacken, um die schusssichere Weste und weitere Ausrüstung zu verbergen. Es war noch früh am Vormittag, und nur wenige Leute hatten den Weg ins Café gefunden. Das Personal legte Sandwiches, Salate und Obstkuchen für die Mittagszeit aus. Sie haben also keine Ahnung, wer Stella vergewaltigt hat? fragte Amanda. Nein, sie hat es mir nie gesagt. Und dann hat sie sich das Leben genommen. Ich fand es sehr seltsam. Sie war einfach nicht der Typ, der so etwas tut. Ich kannte sie. Aber wer hätte sie umbringen wollen? Haben Sie eine Idee? Bislang nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie uns alles sagen, was Ihnen einfällt, auch Dinge, die vielleicht nicht bedeutsam erscheinen. Mit wem außer Ihnen traf sie sich sonst noch? Hatte sie einen festen Freund, eine Freundin? Wo besorgte sie sich Drogen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Stella und ich waren eng befreundet, aber im letzten Frühjahr fing sie an, sich viel mit einer anderen zu treffen. Diana heißt sie. Ich mochte sie nie recht, seitdem hat Stella sich verändert, wollte ständig ausgehen, und sie nahmen immer Drogen. Ich war ein paar Mal dabei, aber das war nicht mein Ding. Danach rief Stella mich immer an und erzählte, was los war oder wenn sie irgendwie Angst hatte. Angst wovor? fragte Vicky. Naja, wenn sie mit einem Typen nach Hause gegangen war und es bereute oder wenn sie so betrunken war, dass sie sich an nichts mehr erinnerte. Sie hatte also keinen festen Freund? Emma schüttelte den Kopf. Und an dem Abend, als sie angerufen und von der Vergewaltigung erzählt hat, wo war sie da gewesen? Im Paradies. Woher wissen Sie das? Ich nehme an, weil sie meinte, dass sie nie wieder hingehen würde. Und dann hat sie erzählt, dass sie vergewaltigt wurde. Da dachte ich, dass sie dort vielleicht jemanden kennengelernt hat und mit ihm nach Hause gegangen ist, und dass es dann passiert ist. Glauben Sie derselbe Typ hat sie umgebracht, um nicht ins Gefängnis zu kommen? Wir wissen es nicht, aber es könnte sein. Emma wirkte erschrocken. War es dann nicht meine Schuld? Er kann doch nicht wissen, dass ich die Polizei gerufen habe, oder? Nein, absolut nicht. Sie haben alles richtig gemacht. Amanda tätschelte beruhigend Emmas Hand, sah Magnus Blombergs Namen vor sich, Voruntersuchung beigelegt, keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Nachdem Amanda den Zusammenhang zwischen den Selbstmorden und den von Magnus Blomberg zu den Akten gelegten Vergewaltigungen aufgezeigt hatte, hatte sich Krippe selbst alle Fälle vorgenommen. Ihm war aufgefallen, dass manche Vernehmungen im Archiv fehlten und dass Magnus im Computersystem Protokolle von Vernehmungen anderer Kollegen geöffnet hatte, ohne den Schreibschutz zu aktivieren. Daher war es möglich, dass manche Vernehmungen im Nachhinein umgeschrieben worden waren. Krippe, Amanda und Vicky hatten das weitere Vorgehen diskutiert. Sie beschlossen, Niklas Holm einzuweihen. Auf Dauer war es nicht zu verbergen, dass sie mehrere beigelegte Voruntersuchungen neu aufrollten. Niklas Holm wirkte geschockt. Dies sind sehr ernste Anschuldigungen. Wenn es so ist, wie Sie sagen, wird das fürchterliche Folgen für das Ansehen der Polizei haben. Äh, natürlich muss das geklärt werden, aber unter strengster Geheimhaltung, bis wir wissen, wohin genau es führt. Und ich möchte laufend über alles informiert werden. Er hatte den Skandal in seinem Bezirk bereits vor Augen. Mir fällt hier zu Hause die Decke auf den Kopf, aber meine Lippe ist noch immer geschwollen, auch wenn es schon viel besser ist. Ich kann nicht aufhören, an Joachim zu denken. Er ist in meinem Kopf, wenn ich aufwache, wenn ich esse, ich träume sogar von ihm. Und noch etwas, ich traue mich kaum es zuzugeben, ich fantasiere von Sex mit ihm. Oje, oh ich weiß. Ich merke, dass ich in letzter Zeit angefangen habe, anders zu denken, dass ich gehen will. Ich will nicht mehr mit Magnus leben. Vorher hatte ich immer den Eindruck, dass es besser würde, wenn wir umziehen, wenn wir Kinder bekommen, wenn wir dies, wenn wir das tun. Ich frage mich, warum ich mir selbst so lange etwas vorgemacht habe. Warum habe ich mein Leben für ihn geopfert? Es ist doch klar, dass er mich nicht liebt, wenn er mich schlägt. Ich gehe in meinem eigenen Haus auf Zehenspitzen umher, weiß nie, wann die nächste Bombe explodieren wird. Himmel, ich habe sogar Angst bekommen, als ich im Flur am Spiegel vorbeiging und sich mein eigenes Spiegelbild bewegte. Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht, dass es wieder Prügel geben würde. Bis ich mich daran erinnerte, dass ich allein zu Hause war. Das ist doch nicht normal. Magnus und Petter hatten erneut gemeinsam Schicht. Sie hockten in ihrem Wagen und starrten auf das Gebäude, in dem Alex Rührs und seine Mutter wohnten, in der Hoffnung, dass sie Alex hier erwischten. Die Adresse wirkte tot, aber sie waren gezwungen, sämtliche Alternativen zu berücksichtigen, und sollten sie Alex sehen, würden sie ihn diesmal nicht verlieren, nicht bevor sie wussten, wo die Bande sich aufhielt. Heute hatten sie einen Opel Corsa extra für die Observation angemietet. Zwei Stunden saßen sie schon da. Magnus Hintern tat weh. Es war pure Zeitverschwendung, zu zweit an so einem Ort zu hocken. Viel wahrscheinlicher war, dass Ryas sich bei irgendeiner Braut verkrochen hatte. Aber solange sie über keine konkreteren Informationen verfügten, mussten sie brav hier sitzen und warten, in der Hoffnung, dass sie bald wieder zu einem Einsatz gerufen wurden. Na, ja, schon ein verdammtes Glück, dass wir die Fahndung nach Nassimi rechtzeitig eingestellt haben. Magnus sagte dies eigentlich nur, um das Schweigen zu brechen. Sie hatten das Thema schon mehrmals besprochen. Mhm, sagte Petter. Magnus rutschte hin und her, streckte die Beine so gut es auf dem engen Raum ging. Aber glaubst du, dass er es war? fragte Petter. Gut möglich, aber der Kerl ist schlau, geht vorher hin und lässt sich die Haare schneiden. Dadurch beweisen die Haare gar nichts. Nein, vielleicht nicht. Aber wir müssen ihn trotzdem vernehmen. Klar, aber nicht jetzt. Im Arrest hätten sie kaum die Zeit, seine Personalien aufzunehmen, da wäre er schon wieder draußen. Und die anderen bekämen kalte Füße und würden alles abblasen, was auch immer sie gerade aushecken. Nur die Ruhe, sagte Petter. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Eigentlich wollte doch nur Holm Nasimi so schnell wie möglich verhaften lassen, aber er hat ja einen Rückzieher gemacht, als er gehört hat, wie wir darüber denken. So funktioniert es doch. Man muss nur gute Argumente haben, dann lösen sich die Probleme meistens. Du findest es also in Ordnung, dass wir die ganzen Infos an Nassimis Freundin weitergeben, damit sie zu ihm rennen und ihm berichten kann, was wir gerade machen? Hm, in meinen Augen ist das krank, dass sie die Ermittlungen in einem Fall leitet, bei dem er Verdächtiger ist. Aber Holm hat da offenbar eine andere Auffassung. Und ich weiß nicht, wir haben Nasimi zwar in ihr Haus gehen sehen, aber wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob er auch zu ihrer Wohnung gegangen ist. Aber du hast sie doch zusammen im Bonobo gesehen. In derselben Gruppe zumindest. Ich bin ziemlich sicher, dass sie es war. Aber nicht hundertprozentig. Weil sie ein bisschen hastig verschwunden ist. Warum wohl? Kriege nur ich hier ein mieses Gefühl? Nein, ich finde auch, dass das alles eine klare Sprache spricht. Aber irgendwie ist sie doch auch keine, die mit einem Kriminellen gemeinsame Sache macht. Und das scheint Holm auch so zu sehen. Sonst hätte er ihr den Fall doch sofort entzogen, oder? Keine Ahnung, was dieser Trottel denkt. Aber ihr ist es offenbar gelungen, ihn um den Finger zu wickeln, wie bei all den anderen auch. Er erntete einen fragenden Blick. Magnus biss sich auf die Zunge. Ich meine nur, dass sie ihr eigenes Spiel zu spielen scheint. Du weißt, jung, weiblich, genau das wollen die Chefs. Sie scheißen auf die Kompetenz. Wollen nur, dass es sich auf dem Papier gut macht, politisch korrekt. Aber hast du ihr nicht auch gute Referenzen gegeben? Das meinte Holm jedenfalls. Glaubst du, dass sie dich um den Finger gewickelt hat? Petter lachte. Machte er sich über ihn lustig? Das ist wohl ganz was anderes. Ich hock mir hier doch nicht den Hintern breit, damit sie alles an Nassimi weitergibt. Sehe ich auch so. Solange wir nicht wissen, wie es aussieht, informieren wir Holm nur über das Nötigste, damit er zufrieden ist. Den Rest behalten wir intern. Magnus nickte. Wie hatte er sich nur in diese Zwickmühle manövriert? Er hatte Amanda nach ihrer Anwärterzeit eine hervorragende Beurteilung ausgestellt. Nicht gerade zu seinem Vorteil, wenn nun herauskam, dass sie einen Großganoven fickte. Warum hatte er nicht früher daran gedacht? Er rieb sich am Sitz. Der enge Raum fühlte sich noch kleiner an. Er kurbelte die Fensterscheibe ein Stück herab, um frische Luft zu kriegen. Sie war eine Hexe. Sie hatte ihn verführt, ihn ausgenutzt, ihn getäuscht. Jetzt war er gezwungen mitzuspielen, um sich selbst zu retten. Die frische Luft breitete sich im Wagen aus, Petter beklagte sich, dass es zu kalt wurde, und Magnus kurbelte die Scheibe wieder hoch. Wiederholte die Prozedur. Petter schaute ihn fragend an. Magnus sagte nichts, drehte sich weg, damit Petter nicht sah, dass seine Wangen rot anliefen. Ihm war sein eigenes Benehmen peinlich. Bislang hatte er sich bei der Arbeit immer beherrschen können. Warum hatte er eben die Kontrolle verloren? Er war gestresst, das wusste er. Es gab eine Menge loser Fäden, aber es würde alles gut werden, wenn er nur Samir dazu brachte, endlich mal ein paar brauchbare Informationen zu liefern, damit der Adnan Nassimi auf frischer Tat ertappen konnte. Milorad Kraljevic war noch immer ein Unruhefaktor, obwohl er in letzter Zeit keine Besuche mehr von ihm bekommen hatte. Aber sie konnten jederzeit auftauchen, überall. Das wusste er. Sollte Vincent irgendwann seine Position verlieren, wäre dies das Ende für Magnus Blomberg. Kraljewitz würde es nicht riskieren, ihn am Leben zu lassen, garantiert nicht. Magnus dachte schon lange über Lösungsmöglichkeiten nach und neigte immer mehr zu einer Alternative, für die er allerdings riesiges Glück brauchte, damit es klappte. Er muss nur kurz telefonieren. Magnus stieg aus und schlug die Tür zu, war kurz davor, sie noch einmal zu öffnen und zu schließen, konnte sich aber im letzten Augenblick bremsen. Er suchte Samirs Nummer hervor. Das Bier machte die Runde und Adnan versuchte davon zu trinken, ohne etwas zu verschütten. Sie saßen in einem Taxi auf dem Weg zum Grand Garbo. Adnan, Miran und Diar drängten sich auf der Rückbank, während Alex auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Alex spielte DJ, wechselte die Radiosender und schraubte am Lautstärkeregler. Der Taxifahrer wirkte genervt, schien sich aber nicht mit dem großen Typen anlegen zu wollen, der wild gestikulierende Lieder mitsang. Adnan sah, dass der Blick des Fahrers unruhig zwischen der Straße und dem schwarzen Drachen, der sich von Alex Hals bis zu seinem Gesicht ringelte, hin und her flackerte. Kein besonders schönes Tattoo fand Adnan, aber es erfüllte seine Funktion. Angst machen. Alex hatte sich auch drei Tränen unter ein Auge tätowieren lassen. Eine Träne pro getötetem Mann. Adnan fragte sich, welche Männer das wohl gewesen waren. Von einem wusste er es. Irgendein Typ, der sich vor fünf Jahren geweigert hatte, eine Hascheschuld zu begleichen. Alex, der sich damals nach oben arbeitete, wollte ein Exempel statuieren. Er hatte den Kerl mit bloßen Händen erschlagen und auf einer Müllkippe entsorgt, dies hatte ihm bis heute in den Vororten den Ruf eingebracht, extrem brutal zu sein. Für wen die beiden anderen Tränen standen, wusste Adnan nicht. Stimmte es überhaupt? Oder war es nur eine Marketingstrategie, um den Status zu wahren? Eigentlich fand Adnan, dass das Ganze eine schlechte Idee war, noch ein letztes Mal auszugehen vor dem Überfall. Alex und die Ja hatten es vorgeschlagen und Midan war natürlich nicht schwer zu überzeugen gewesen. Adnan hätte es klüger gefunden, wenn sie sich so wenig wie möglich in der Öffentlichkeit gezeigt hätten, aber er hatte bald nachgegeben. Er war es auch leid, ständig bei Miedern herumzuhängen. Die Wohnung sah wieder aus wie ein Schweinestall. Pizzakartons, Bierdosen und schmutzige Klamotten lagen überall herum. Die Luft war neblig vom Zigarettenqualm. In der Küche türmte sich ein Berg an Geschirr und der Putzlappen, den Adnan gekauft hatte, roch inzwischen säuerlich und war seltsam schmierig geworden. Adnan sehnte sich nach einer eigenen Bleibe, nach eigenen Regeln, einem eigenen Zeitablauf. Aber bis auf Weiteres musste er sich gedulden. Alles würde besser werden, wenn er erst einmal Kohle hatte. Bald. Sie hatten bei Midan vorgefeiert und die Menge an leeren Pizzakartons und Dosen noch erhöht. Hatten sich auch Bacardi gegönnt. Midan meinte, sie sollten sich auch Koks besorgen, aber Adnan hatte dem einen Riegel vorgeschoben. In diesem Punkt unterstützt von Diyar und Alex. Auch sie fanden es bescheuert, die Bullen quasi zu einer Hausdurchsuchung einzuladen. Mit Koks konnten sie nachher feiern. Midan wurde zwar sauer, aber er hatte keine Wahl, trank ein paar Extra-Gläser, um in Form zu kommen. Auch Adnan war heiß, wollte Bräute treffen, imponieren, glänzen. Hatte sich in letzter Zeit eingeschlossener gefühlt als im Knast. Die Frage war, ob er es in der Zelle nicht sogar besser gehabt hatte. Dort hatte er jedenfalls nachts seine Ruhe. Sie stiegen wie Könige aus dem Taxi, grüßten die Türsteher, Adnan kannte alle, bis auf einen von seiner Zeit bei Vincent. Die Sicherheitsbranche war klein in diesem Gewerbe, jeder kannte jeden. Wer in diesem Beruf hängen blieb, war oft verbittert, weil er nicht Bulle geworden war, wechselte das Lager. Adnan bemühte sich besonders freundlich zu sein, redete, riss ein paar Sprüche, wusste, dass ein guter Draht zu den Türstehern früher oder später Nutzen bringen würde. Immer kannte jemand jemanden, der wiederum jemanden kannte, der jemanden kannte, der ein feines Ding am Laufen hatte. Im Club stampfte die Diskomusik, der Bass ließ den Boden vibrieren, sie gingen schnurstracks zur Bar und Alex winkte den Barkeeper herbei, brüllte etwas, das im Lärm unterging, aber die Bestellung schien dennoch angekommen zu sein. Bald wurden ihnen vier Cocktails und vier Schnäpse serviert, zornige Blicke kamen von Typen, die schon länger gewartet hatten. Alex verteilte die Gläser und hob seines in die Höhe. Auf uns und die Zukunft! Er zwinkerte. Ihre Cocktails schmeckten nach Wodka und zu süß. Sie widmeten sich den Schnäpsen. Adnan sah sich um und checkte das Angebot. Hübsche Mädels überall mit tiefem Ausschnitt und vollen Lippen. Das Grand Garbo war eine Goldgrube. Man brauchte nie allein nach Hause zu gehen. Er versuchte eine zu finden, die besonders interessant wirkte, fand aber, dass die meisten ein bisschen doof aussahen. Zu viel Schminke, zu viele Extensions, zu viel Botox. Zu viel von allem. Er merkte, dass er sie mit Amanda verglich, fragte sich, was sie jetzt wohl machte. Dachte an neulich, als sie sich am Brünzviken getroffen hatten. Wie gern hätte er... Plötzlich spürte er einen harten Schlag auf den Rücken. Was herum du hier rum und träumst? Alex starrte ihn an. Los, komm, such dir eine aus und ran an den Speck. Wer weiß, wann wir wieder die Gelegenheit kriegen. Adnan blieb stehen, als Alex und die Jahr zu zwei Blondinen mit knallroten Lippen gingen. Midan war bereits in Richtung Dancefloor verschwunden. Adnan holte sein Handy hervor und suchte Amandas Nummer heraus, blickte lange auf den Bildschirm, schob das Telefon wieder in die Tasche. Er war nur betrunken, brauchte eigentlich nur einen ordentlichen Fick. Aber er hatte keine Lust. Die Partystimmung war wie weggeblasen. Samstagabend. Die Vergnügungsviertel in der Stockholmer City lebten auf, trotz der Dunkelheit und der Kälte. Die Leute waren unterwegs, um Spaß zu haben. Aufgetakelte Mädchen in Stöckelschuhen starksten wie Omas auf den Gehsteigen dahin und stützten einander, um nicht im Schneematsch auszurutschen. Amanda und Vicky waren passender gekleidet. Hose, Stiefel und dicker Pulli. Sie gingen zu den Türstehern des Paradies, zeigten ihre Polizeiausweise und wurden hineingelassen. Sie waren nicht gekommen, um sich unauffällig unter die Leute zu mischen. Die Leute starrten sie an, als sie reingingen. Die meisten kapierten, wer sie waren. Andere hielten sie vermutlich für Bauerntrampel. Das Paradies war deutlich größer als das Bonobo. Mehrere Stockwerke mit großen Dancefloors. Die Musik war ohrenbetäubend laut. Sie liefen ohne Ziel umher und sahen sich um. Jemand stieß Amanda in den Rücken. Ein anderer trampelte ihr auf den Fuß. Einer der Gründe, warum man nie nüchtern in einen Club gehen sollte. Siehst du was Besonderes? Vicky schrie Amanda ins Ohr. Sie schüttelte den Kopf. Nur das, was ich erwartet habe: betrunkene Menschen. Warum könnten denn die Mädchen hier gewesen sein? Was denkst du? Ich weiß, wem der Club gehört. Ich habe ihn mit Adnan bei der Einweihung eines anderen Clubs getroffen. Vicky hob die Augenbrauen. Keine weiteren Überraschungen. Haben wir das nicht ausgemacht? Das ist keine Überraschung. Ich sag es nur. Vincent Bonaduit heißt er. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er nicht ganz koscher ist. Adnan zieht sich wie ein roter Faden durch alles, falls du das noch nicht gemerkt hast. Er war mit deiner Schwester zusammen, die Jensine kannte. Er hat sich von Jensine die Haare schneiden lassen. Du warst mit ihm zusammen. Und jetzt kennt er sogar noch den Eigentümer des Clubs, in den die ganzen Mädchen gegangen sind. Gibt es noch etwas, das du nicht erzählt hast? Amanda schüttelte den Kopf. Eigentlich nicht. Raus mit der Sprache. Wie ich schon meinte, nur ein Gefühl, dass der Eigentümer nicht ganz sauber ist. Aber wir können ihn ja nicht verhaften, bloß weil er ein ekliger Typ ist. Siehst du die Tür da drüben? Amanda deutete mit einem Kopfnicken auf eine Tür auf der anderen Seite der Tanzfläche, vor der ein Wachposten stand. Ich frage mich, was dahinter ist. Sie schoben sich durch das Meer aus wankenden Menschen. Der Wachposten blickte sie grimmig an. Dürfen wir da rein? fragte Amanda. Das ist der VIP-Bereich, sind noch nicht viele da. Der Wachposten machte keine Anstalten, die Tür zu öffnen. Amanda sah ihn herausfordernd an, das half. Hm, klar, sagte er schließlich. Tatsächlich waren nicht viele Leute da, nur ein paar Gruppen, die hier und da auf Sofas hockten und sich unterhielten. Weiter hinten im Raum stand ein weiterer Wachposten vor einer mit rotem Samt bekleideten Tür. Amanda ging hin, dicht gefolgt von Vicky. Tut mir leid, das ist privat, sagte der Wachposten. Ich dachte, das hier ist ein Club für alle. Hier leider nicht, das ist der Privatbereich des Eigentümers. Ach, sieh an, ist unsere kleine Polizistin hier. Amanda, stimmt's? Amanda erkannte die unangenehme Stimme sofort und drehte sich um, wurde von vinzens aufgesetztem Grinsen empfangen, widerwärtig nah an ihrem Gesicht. Sie machte einen halben Schritt nach hinten. Hallo. Ja, wir schauen uns ein wenig um. Aber hier kommen wir offenbar nicht weiter. Ihr könnt gerne so oft kommen, wie ihr wollt. Aber dieser Bereich ist nicht für Gäste, das ist eher eine Art Büro, könnte man sagen. Nun, darf ich euch etwas anbieten? Nein, danke, wir bleiben nicht lange. Wie schade. Er wandte sich an Vicky. Und wer ist die hübsche Begleiterin? Vicky streckte ihm die Hand hin und stellte sich vor. Victoria, eine Kollegin von Amanda. Vincent hielt Vickys Hand, während er fortfuhr. Wie ist es nur möglich? Zwei so schöne Polizistinnen. Manchmal fragt man sich, ob die Polizei ihre Beamtinnen bei Modelwettbewerben rekrutiert. Er ließ den Blick über Vickys Körper schweifen, dann weiter zu Amanda, heftete ihn auf Brusthöhe. Wie geht es denn Adnan? Ich habe ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Vincent grinste. Ihr wart ein so tolles Paar. Na, jetzt muss ich aber weiter, sofern ihr keine speziellen Fragen habt. Bestellt euch gern etwas an der Bar, das geht aufs Haus. Es ist immer nett, die Polizei hier zu haben. Amanda blickte ihm nach, der Rücken unnatürlich durchgestreckt, der Brustkorb nach vorn geschoben. Er ging mit kurzen Schritten, die Füße platzierte er dabei in einer geraden Linie, wie ein Zirkusartist auf einem Seil, sein Hintern wackelte hin und her. Jetzt wird mir klar, was du meintest, sagte Vicky, als sie wieder auf die Straße traten und zu ihrem Auto gingen. Himmel, was für ein ekliger Typ. Ich grüble und grüble. Richard lässt nicht locker. Er will absolut, dass ich den Posten annehme. Joachim auch. Er möchte wissen, warum ich auf einmal meine Meinung geändert habe. Ob es damit zu tun hat, dass er mich geküsst hat. Er sagt, er versteht meine Lage und wird respektieren, dass ich verheiratet bin, wenn es das ist, was ich will. Er versteht eigentlich gar nichts. Wie soll er auch? Ich verstehe es kaum selbst. Ich habe eine Liste erstellt mit Vor- und Nachteilen und ich bin eigentlich nur auf Vorteile gekommen. Warum sieht Magnus das nicht so? Ich werde zusagen. Ich habe mich entschieden. Morgen werde ich es Richard sagen. Ich traue mich kaum daran zu denken, wie Magnus reagieren wird. Aber das werde ich dann sehen. Gute Nacht. Ich freue mich auf morgen früh. Magnus ging zum Kopierraum und schielte zu Amanda, Krippe und Victoria hinüber, die im Besprechungsraum saßen. Durch die großen Scheiben, die vom Boden bis zur Decke reichten, konnte er sehen, wie sie eifrig diskutierten. Er würde bereit sein, wenn sie den Raum verließen. Es sollte aussehen, als würde er nur im Vorbeigehen fragen. Ihn interessierte, wie es bei den Ermittlungen zum Mord an Jensine lief. Hatten sie einen anderen möglichen Täter außer Adnan Nassimi auf der Liste? vor allem aber wollte er erfahren, warum sie neulich im Paradies gewesen waren. Vincent hatte ihn am Samstag in der Nacht angerufen, hatte erzählt, dass Amanda und eine andere kleine Boulette dort gewesen seien und herumgeschnüffelt hätten. Kaum zu glauben, aber Vincent hatte ein wenig nervös geklungen. Vergiss nicht, dass wir im selben Boot sitzen. Magnus' Zusammenarbeit mit Vincent hatte vor einigen Jahren begonnen, damals hatte es bestens funktioniert gelegentlich ein paar einfache Maßnahmen, um Vincent zu helfen, und Magnus hatte Zugang zu einer Welt bekommen, von der er zuvor nur träumen konnte, aber jetzt? Sie waren beide voneinander abhängig, das hatte die letzte Zeit wirklich gezeigt. Vielleicht war der Augenblick gekommen, die Zusammenarbeit abklingen zu lassen, vielleicht war es von Anfang an ein Fehler gewesen. Aber Magnus hatte der Versuchung nicht widerstehen können. Magnus kopierte ein Blatt, das er eigentlich nicht zu kopieren brauchte, und ging zurück zu seinem Schreibtisch. Er schielte wieder zum Besprechungsraum und sah, dass sie ihre Papiere einsammelten, sie waren fertig. Magnus änderte die Richtung und ging in die Küche, dort würde er hören, wenn sie rauskamen. Er holte eine Tasse aus dem Schrank und goss sich den letzten Rest Kaffee ein, es war schon die vierte Tasse an diesem Morgen. Zwei andere hatte er auch nur getrunken, um in der Nähe des Trios zu sein, das sich von den übrigen Kollegen isoliert hatte. Alle wussten, woran sie arbeiteten, aber keiner wusste mehr als das. Waren sie etwas Großem auf der Spur? Was hatten sie im Paradies gemacht? Magnus war mindestens genauso erpicht darauf, es zu erfahren wie Vincent. Als er hörte, wie sich die Tür öffnete, verließ er den Pausenraum mit hoch erhobener Kaffeetasse. Hi, wie läuft's bei euch? Magnus richtete die Frage an Krippe, der als erster herauskam. Gut, sehr gut, antwortete dieser nach kurzem Zögern. Ich wollte mich nur kurz wegen Nassimi mit euch abstimmen. Wir haben eine Menge Hinweise, dass sie bald zuschlagen werden. Wir sollten die Gelegenheit auf keinen Fall verpassen. Das wollen wir auch nicht, diesmal antwortete Amanda. Schön, dann sind wir uns ja einig. Wenn nichts durchsickert, sagte Magnus und blickte Amanda zum ersten Mal bei diesem Gespräch in die Augen. Dann haben wir gute Chancen, die ganze Bande zu fassen. Und Nasimi kriegen wir so immerhin wenigstens für Raub. Für den Mord habt ihr noch nicht so viel, oder? Wir arbeiten dran, sagte Amanda, aber wir sind immer noch ganz auf deiner Linie. Wunderbar. Und wenn ihr irgendwie von seinem Aufenthaltsort erfahrt, dann natürlich. Habt ihr einen anderen möglichen Täter? Magnus sprach zu drei Rücken, da sie sich ihren Schreibtischen zugewandt hatten. Amanda schüttelte den Kopf. Magnus ließ nicht locker. Aber wo setzt ihr an? Habt ihr ein paar Tipps bekommen? Ich habe viele Informanten, die ich anhauen könnte. Klippe drehte sich um. Wir melden uns, wenn es soweit ist, aber im Augenblick ist das noch nicht nötig. Magnus fühlte sich abgekanzelt, er sah den drei Rücken nach, die sich von ihm entfernten. Sein Blick wanderte reflexartig an einem davon hinab. Amandas Po war verdammt knackig in dieser Jeans. Aber er rief sich ins Gedächtnis, was sie ihm angetan hatte, wie sie ihn gekränkt hatte. Nach allem, was er für sie getan hatte. Scheiße. Als Magnus in seine Abteilung zurückkam, rief ihm Erik zu, Pontus Klinghammer habe ihn gesucht. Er sei bis neun Uhr telefonisch zu erreichen. Magnus sah auf seine Armbanduhr, viertel vor. Er beschloss, lieber hinzugehen. Stör ich du hast mich gesucht, da dachte ich, ich schaue gleich mal vorbei, sagte Magnus. Eine Minute habe ich noch. Ich wollte nur hören, wie es mit. Äh, Klinghammer blätterte in einem Haufen Papier. Äh, Samir Nassimi läuft. Haben wir was Neues? Wenn nicht, würde ich das Ganze gern abschließen, damit es nicht über das Wochenende liegen bleibt. Naja. Leider haben wir da schon noch einiges zu erledigen. Wir haben beispielsweise noch nicht den Vater der Klägerin vernommen. Aber ich sorge dafür, dass das im Laufe der Woche gemacht wird. Klinghammer seufzte. Ach, ich mag es nicht, wenn sich die Sachen so hinziehen. Mit zwei Wochen haben wir die Frist ohnehin schon überschritten. Ich lege die Vernehmung auf diese Woche, versprochen. Dann können Sie dem Jungen eine schöne Überraschung zu Weihnachten bereiten, wenn nichts dabei rauskommt. Nun schön. Spätestens Freitag. Spätestens Freitag, wiederholte Magnus bereits halb zur Tür draußen. Alle waren zu einer letzten Besprechung bei Midan versammelt. In zwei Tagen war es soweit. Sie hatten beschlossen, den Geldtransporter am zweiten Weihnachtsfeiertag zu überfallen, oder besser gesagt, Alex hatte es beschlossen und die Ja war einverstanden. Keiner hatte einen anderen Vorschlag, und eigentlich war es keine dumme Idee. Der Käuferansturm vor Heiligabend war an diesem Tag vorbei, die Geschäfte hatten aber wieder geöffnet. Viel Kohle und vermutlich weniger Bullen im Dienst, vollgefressen mit Braten, Hering und Kartoffeln, Unmengen von Keksen und Schokolade. Adnan, Miran und Sascha saßen auf dem Sofa, Diar auf dem Sessel. Alex stand und hatte die Rolle als eine Art Wortführer übernommen. Er zeichnete eine Karte vom Parkhaus auf das Whiteboard, Adnan nervte das. Alex hielt sich für den Leader, fand, dass er am meisten getan hatte, dass er die besten Kontakte besaß, glaubte vielleicht, dass ihm die schwarzen Tränen im Gesicht Macht verliehen. Das konnte er komplett vergessen. Zumindest in diesem Kreis. Sascha hörte schweigend zu. Er war zum ersten Mal bei einem Treffen dabei. Seine Anwesenheit brachte Ernst und Respekt in den Raum. Respekt für seinen toten Bruder. Respekt für Sascha überhaupt. Er hatte im Laufe der Jahre alles Mögliche getan, bevor er sich zur Ruhe gesetzt und ein Café eröffnet hatte. Manche meinten, dass sein Geschäft nur eine Fassade für Geldwäsche sei, und der Meinung war Adnan auch. Es ging das Gerücht um, dass Sascha zu ausgefeilteren Betrügereien übergegangen war. Er nahm Hypotheken auf fremde Häuser auf und holte jedes Mal mehrere hunderttausend Kronen heraus, was die wahren Eigentümer erst viel später bemerkten. Adnan verstand nicht, wie er das anstellte, aber Sascha hatte es echt drauf. Adnan sah zu ihm rüber. Warum machte er hierbei mit? Vielleicht fehlte ihm die Spannung. Adnan konnte nur Vermutungen anstellen. Alex zeigte mit einem Stift auf die Karte, die er gezeichnet hatte. Hier ist also die safe -Tür. Wenn der Geldtransporter ankommt, laufen wir zwischen den Pfeilern vor. Miran, du kriegst eine Attrappe. Das Einzige, was du dir merken musst, ist, sie dort abzulegen. Das schaffst du, oder? Miran nickte. Alex fuhr fort. Dann hältst du dich ein wenig abseits, aber trotzdem in der Nähe. Kapierst du? Wir müssen mächtig aussehen, wenn's knallt. Und Sascha, du bist unser Auge in der Galeria, Wenn dort Bullen sind, wenn ich weiß, was zu tun ist. Sascha antwortete ohne eine Regung im Gesicht. Alex hatte seinen Meister gefunden, ließ Sascha in Ruhe. Dia parkt den Fluchtwagen Nummer eins direkt vor dem Parkhaus im Horsterwegen. »Wenn alles läuft wie geplant, fahren wir den Chistergangen hoch und unter das Viadukt nach Helenelund. Dort steht Fluchtwagen Nummer zwei. Auf diese Weise haben wir in wenigen Minuten das Auto gewechselt. Noch dazu sind wir in einem anderen Polizeibezirk.« Alex sah zufrieden aus, als wäre er es, der den Fluchtweg ausgekundschaftet hatte, und nicht Adnan und Diyar, die einen ganzen Tag lang rumgekurvt waren, um die beste Stelle zu finden. »Hast du die Wurfeisen besorgt?« fragte Diyar. Alex schüttelte den Kopf. Die kriege ich heute Abend. Der Plan war wasserdicht. Sie hatten zwei weitere Wagen als Backups platziert, falls sie öfter das Fahrzeug wechseln mussten oder wenn etwas anderes schiefging. Danach würden sie sich aufteilen, einen Monat lang abtauchen, nicht miteinander kommunizieren. Außer Adnan und Miran, da Adnan im Moment keine bessere Bleibe hatte. Die schwierigste Frage war gewesen, wo sie das Geld verstecken würden. Zu Hause bei jemandem war zu riskant. Obwohl keiner von ihnen an seiner Meldeadresse wohnte, bestand immer die Gefahr, dass die Bullen sie aufspürten. Dann durften sie wenigstens keine Kohle finden. Die Moneten im Wald zu verbuddeln war zwar auch nicht optimal, aber am Ende war es trotzdem die beste Lösung. Sie hatten vier verschiedene Plätze gesucht, um nicht gleich alles zu verlieren, wenn ein Bärensammler oder irgendein anderer Idiot über das Versteck stolpern sollte. Die Telefone für den Überfall, die Adnan besorgt hatte, würden sie nur während der Aktion anschalten. Die Bullen würden garantiert die Masten überprüfen und sehen, welche Telefone kurz vor und während des Überfalls Kontakt miteinander hatten. Das durften sie gern tun, denn keines der Telefone würde mit einem von ihnen in Verbindung zu bringen sein. Keiner durfte sein privates Handy dabei haben. Diese würden weit vom Ort des Überfalls angeschaltet bleiben, um Verwirrung zu stiften, falls sie trotz allem geschnappt werden sollten. Adnan hatte Samir sein Telefon gegeben, er war am Vormittag zu Hause bei den Eltern gewesen. Samir hatte überrascht gewirkt, sie waren in seinem Zimmer und hatten ein wenig Zeit für ein Gespräch unter vier Augen. Du meintest doch, dass du mir helfen willst, sagte Adnan. Samir nickte mit großen Augen. Was soll ich tun? Sieh zu, dass mein Handy an ist und schick ab und zu eine SMS damit, vor allem übermorgen abend. Alles klar. Es ist auch gut, wenn du es die ganze Zeit benutzt, aber vor allem dann. Mach keine Anrufe, schick nur SMS, damit es so aussieht, als kämen sie von mir. An wen denn? Das spielt keine Rolle. Aber warum? Keine Fragen. Wenn du helfen willst, dann tust du einfach, was ich dir sage. Für dich gibt es kein Risiko. Wenn jemand irgendwas wissen will, hast du keine Ahnung von meinem Handy. Samir nickte. Adnan hasste es, Samir in den Mist hineinzuziehen, aber er war der einzige, auf den er sich verlassen konnte. Und es bestand keine Gefahr, dass man Samir verdächtigen würde. Das Treffen war vorbei, und die Jahr holte Pizza, die sie direkt aus den Kartons futterten, sie tranken Cola dazu. Sascha war wieder gefahren, aber die anderen würden zwei Nächte in der Wohnung pennen, ein paar letzte Dinge klären und sich absprechen, was sie den Bullen sagen würden, wenn einer von ihnen geschnappt würde. Das Beste war, so lange wie möglich die Klappe zu halten, um sich nicht in eigenen Lügen zu verstricken, nie etwas zugeben, bevor die Bullen Beweise vorlegten, vielleicht nicht einmal dann. Alle schworen hoch und heilig, keinen der anderen zu verpfeifen, niemals. Adnan fand es lächerlich, dass sie es überhaupt ansprachen, das war ohnehin klar. Können wir uns auf Sascha verlassen? Die Frage kam von Alex zwischen zwei Bissen von seiner Pizza. Sonst hätte ich ihn nicht dazugeholt, antwortete Adnan. Er riskiert ja nichts. Wie können wir sicher sein, dass er nichts ausplaudert? Das macht er nicht. Ich vertraue ihm genauso wie ich dir vertraue. Alex hörte auf zu kauen. Was wissen wir über ihn? Sein Bruder wurde erschossen. Und warum? Stell dir vor, er hat ihn vielleicht verraten. Er könnte eine verdammte Ratte sein, was weißt du schon? Adnan antwortete ganz ruhig. Er ist keine Ratte. Wir gehen das Risiko ein, das stimmt, aber er kriegt auch keinen sehr großen Anteil. Aber okay, wenn du ihm nicht vertraust, dann blasen wir alles ab. Alex sagte nichts, seine Oberlippe zuckte, während er überlegte. Dann nahm er ein weiteres Stück von der Pizza, kaute und schluckte. Hm, wir ziehen das durch. Wenn's schief geht, bist du verantwortlich. Adnan antwortete nicht. Alex war offensichtlich auf Streit aus, wollte im Voraus einen Sündenbock finden. Wenn er wirklich an Saschas Loyalität gezweifelt hätte, hätte er den Überfall niemals mit vorbereitet. Adnan zupfte überflüssigen Käse von der Pizza und aß weiter. Später ging Alex fort, um die Wurfeisen zu holen. Keiner wusste, wo oder bei wem er sie kaufen würde. Alex Kontakte konnten ebenso gut Ratten sein. Adnan würde ihn fragen, sobald er zurück war. Diar musste noch einen Wagen klauen, aber er wollte damit bis zum nächsten Morgen warten. Je kürzer vor dem Überfall, desto geringer das Risiko, dass jemand die Karre fand. Sie legten einen Film ein The Town Stadt ohne Gnade. Ben Affleck hatte die Hauptrolle. Sie raubten Banken aus, und Ben verknallte sich in eine Braut, die er ausgeraubt hatte. Adnan musste unwillkürlich an Amanda denken. Er hockte schweigend vor der Kiste. Würden Ben und diese Puppe bis zum Ende zusammenbleiben? So war's ja immer in im Film. Es knirschte in den Ohren, als er ein paar Erdnussflips aß. Amanda schob die Handschellen hinter ihrem Rücken zur Seite, damit sie beim Sitzen im Wagen nicht drückten. Sie trug wieder Uniform und hatte am Heiligabend eine Sonderschicht angenommen. Das machte ihr nichts aus. Der Gedanke, nach Finsbong zu fahren und Weihnachten mit ihren Eltern zu feiern, erschien ihr nicht sehr spannend. Da war es besser zu arbeiten. Leider fuhr sie mit Kerstin, aber Amanda beschloss, gute Miene zu machen, ganz egal was passierte. Kerstin leistete auch Überstunden. An einem Feiertagswochenende bekam man sie leicht, man brauchte sich nur in den Dienstplan einzutragen. Vermutlich fand es Kerstin auch angenehmer, an einem solchen Tag zu arbeiten, soweit Amanda wusste, war sie Single und kinderlos. Hast du dich auch für heute eingetragen? Amanda fand, es war an der Zeit, das Schweigen zu brechen. Ja, ich hatte nichts Besseres vor. Ging mir ähnlich. Wer will schon ohne Kinder Donald Duck schauen? Kerstin lächelte. Amanda fuhr fort. Es kann ja recht spannend sein, an so einem Tag zu Leuten nach Hause zu kommen, wenn sie Weihnachten feiern und alles. Da sieht man, wie es bei ihnen so ist. Kerstin schnaubte. An Weihnachten sehen wir nur Elend. Männer, die saufen und ihre Frauen schlagen und Kinder, denen es mies ergeht. Das ist überhaupt nicht spannend. Nein, klar. Ich habe ja noch nie an Weihnachten gearbeitet. Amanda wollte das Thema nicht weiter diskutieren und steuerte die Shell Tankstelle in Ulfsünder an. Ihr Tank war nur halb voll, und sie wollte nicht riskieren, dass ihnen der Sprit ausging. Heute saß sie am Steuer, und wenn etwas Aufregendes passierte, wollte sie mit von der Partie sein. Kerstin konnte da protestieren, so viel sie wollte. Im Verkaufsraum der Tankstelle war alles weihnachtlich geschmückt, und es roch nach frischem Gebäck. Sie traf auf Roger, einen Hundeführer, den sie schon öfter bei der Arbeit gesehen hatte, er nickte ihr zur Begrüßung zu, da er den Mund voll hatte. Lebkuchen, vermutete Amanda. Naschst du hier heimlich? Amanda lachte und kam nicht umhin, auf sein Haar zu starren, es war dunkel und zu einer seltsam hohen Frisur geschnitten, die zu seinem Markenzeichen geworden war. Er kaute und schluckte, kaute und schluckte, nahm einen Schluck Kaffee. Hm. Ertappt, antwortete er. Und du bist heute mit Fräulein Hasenfuß unterwegs? Er deutete mit einem Kopfnicken auf Kerstin, die draußen noch tankte. Ein Spitzname, den alle kannten. Alle außer Kerstin. Und du mit Zack, wie ich gehört habe. Hat er sich wieder erholt? Amanda spielte auf einen Vorfall an, der sich einige Monate zuvor ereignet hatte. Zack war mit einem Messer verletzt worden, als Roger ihn einem Einbrecher hinterhergeschickt hatte. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit ja. Er hatte einen Schutzengel. Roger schüttelte den Kopf. Nächstes Mal, wenn ich ihn hinter einem Russen herschicke, werde ich zweimal nachdenken. Amanda horchte auf. Einem Russen? Ja, die sind total durchgeknallt. Es ist nicht der erste Hund, den sie fertig machen. Ein Kollege in Uppsala musste seinen einschläfern lassen, nachdem ein Russe den Hund in einen Hinterhalt gelockt hatte. Nur gut, dass er das Tier angegriffen hat und nicht den Kollegen. Nein, verdammt, mit denen will man nichts zu tun haben. Richtige Kampfmaschinen sind das. Kommen in Banden ins Land, verüben Einbrüche und verkaufen Frauen. Muss man dafür eine Kampfmaschine sein? So läuft es halt. Sie schicken nur ihre Besten. Und dann haben sie hier eine Kontaktperson, die alle Fäden in der Hand hält. Diesen Dreckskerl muss man finden. Aber das ist nicht so einfach. Er rennt ja nicht draußen durch die Gegend. Oder sie. Warum muss es unbedingt ein Mann sein? Roger schnaubte. Ach, hör doch auf mit diesem Weiberkram. In diesem Fall ist es garantiert ein Mann. Aber ich bin überzeugt, dass Frauen dazu genauso in der Lage sind. Das sind sie, wenn auch nicht alle. Sie blickten zu Kerstin hinaus, die sich mühte, den Tankdeckel wieder aufzuschrauben. Roger schüttelte den Kopf und stopfte sich das letzte Stück Lebkuchen in den Mund. Amanda ging zur Kasse und zahlte die Benzinrechnung, winkte Roger zu, als sie hinausging. Als sie weiterfuhren, dachte sie über die Ermittlungen nach. Krippe war der Meinung, dass sie Magnus bald mit den eingestellten Vergewaltigungsfällen konfrontieren müssten. Die Vernehmungen der Angehörigen hatten keine neuen Spuren gebracht und Krippe sah Magnus als eine letzte Möglichkeit weiterzukommen. Amanda hingegen wollte abwarten. Sie war noch nicht zufrieden. Magnus würde zu billig davon kommen und vermutlich nur wegen eines Dienstvergehens belangt werden. Sie hatten noch nicht genügend Beweise, nichts außer ein paar überarbeitete Vernehmungen und Indizien, die darauf hindeuteten, dass er in die Sachen verwickelt war. Amanda wusste nicht, was sie denken sollte. War Magnus wirklich so irre, dass er die Mädchen im Nachhinein umgebracht hatte? Mit wem arbeitete er zusammen? Nein, es gab noch immer zu viele Fragezeichen. Wenn sie Magnus in die Enge trieben, durfte er am Ende keine Möglichkeit mehr haben, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nicht einmal zu seiner Frau sollte er sich flüchten können. Frohe Weihnachten. Heute ist ein Tag, an dem man glücklich sein soll, sich fein kleiden, gut essen und bei seinen Liebsten sein. Aber ich habe keine Lust, würde am liebsten zu Hause im Bett liegen und schlafen, mehrere Jahre schlafen, und wenn ich aufwache, ist alles anders. Verdammt, Pia, tu was. Gib dir einen Ruck. Gestern ist etwas passiert, das mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Ich habe meine Tage bekommen. Und ich war nicht enttäuscht wie sonst immer. Ich war vielmehr erleichtert. Ist das ein Zeichen? Das muss es sein. Es hat keinen Sinn, dass ich weiter so lebe. Die Frage ist nur, wie ich leben soll. Will ich ohne Magnus leben? Will ich das? Beim Gedanken daran wird mir schwindlig. Magnus hob das Glas und stieß mit Christa und Pelle an. Sie waren bei ihrem dritten Whisky angelangt. Pia, Annelie und Inga Liel tranken Glühwein. Auf dem Boden des Reihenhauses von Pias Eltern lagen noch die Bänder und das Papier herum, nachdem die Kinder ihre Geschenke aufgerissen hatten. Pia und er hatten ausgemacht, dass sie sich nichts kaufen würden, aber Magnus hatte sie dennoch mit Frühstück im Bett und einem Geschenk überrascht. Er wollte sie glücklich machen. In letzter Zeit hatte sie sich so merkwürdig verhalten. Er wusste, dass er zu weit gegangen war. Aber jetzt würde alles wieder gut werden. Er würde sich bessern und seine Launen in den Griff bekommen. Ja, so sollte es sein. Fester Vorsatz. Er hatte das Weihnachtsgeschenk sorgsam ausgewählt, einen schwarzen Push-up-BH mit Spitze und dazu passendem String-Tanga. Hatte sich vorgestellt, wie sehr er ihr stehen würde, wie es ihn geil machen würde. Sie hatte sich bedankt und ihn angelächelt, aber ihre Augen hatten etwas anderes gesagt. Er sah sie an, wie sie ihm gegenüber saß. Sie war wunderschön an diesem Abend. Eine weiße Bluse aus irgendeinem glänzenden Material und darunter ein grau karierter Rock mit Nylonstrumpfhose. Waren das Stay-Ups? Das würde er später kontrollieren. Plötzlich schaute sie ihn an und er lächelte, aber sie wich seinem Blick aus. Als es kurz vor ein Uhr war und es Zeit wurde, nach Hause zu fahren, konnte er den Abend trotz allem als relativ angenehm einstufen. Es war lange her, dass ein Familientreffen so schmerzfrei vergangen war. Na denn, jetzt wird's aber Zeit. Wieder ein Weihnachten in netter Gesellschaft vorbei. Er ging in den Flur, um seinen Mantel anzuziehen, stellte genervt fest, dass Pia ihm nicht folgte. War sie so sehr in ihr Gespräch über ihr neues Leben mit mehr Training und gehaltvollerem Essen vertieft, dass sie nicht merkte, dass er aufgestanden war? Er nahm ihre Jacke und ging zurück zum Wohnzimmer, erinnerte sich noch einmal daran, was er sich geschworen hatte, schüttelte die Gereiztheit ab. Kommst du, Liebling? Pia saß noch auf dem Sofa und schaute ihn mit einem Blick an, den er bei ihr noch nie gesehen hatte. Nein, ich bleibe heute Nacht hier. Die Stimmung im Auto hob sich. Die Nervosität, die den ganzen Tag über in der Luft gelegen hatte, war verschwunden. Alle waren voller Zuversicht jetzt gab es keine Unsicherheit mehr, keinen Zweifel, keinen Zurück. Nach dieser Sache wären sie Könige, ein Leben im Luxus wartete auf sie. Zumindest nach einer Weile, wenn sie lange genug abgetaucht waren und die Kohle gewaschen war und ausgegeben werden konnte. Das hier war der erste kritische Punkt, alle versammelt in einem gestohlenen Wagen auf dem Weg zum Parkhaus. Wenn die Bullen sie anhielten, waren sie geliefert. Der Kofferraum voll mit Zeug, das ihnen mehrere Jahre wegen Vorbereitungen zu einem schweren Überfall einbringen würde. Sturmhauben, Krähenfüße, schusssichere Westen, Waffen. Adnan musterte jedes entgegenkommende Auto, jedes Auto, das sie überholte, jedes Auto, das hinter ihnen herfuhr. War es schon lange hinter ihnen? Hatten sie es schon einmal gesehen? Befanden sich extra Antennen auf dem Dach? Zusätzliche Rückspiegel? Sprach jemand in ein Headset? Am Morgen waren Adnan und die losgezogen, um ein paar letzte Dinge zu regeln. Insgesamt waren sie jetzt bei sieben Autos. In der Umgebung platziert als Reserve für den Fall der Fälle. Nachdem sie alles überprüft hatten, fuhren sie zurück zu Mirans Wohnung. Eine letzte Besprechung stand an. Eine Vollbesprechung, wie Alex es nannte. Er spielte weiterhin den Obermacker, aber Adnan war es egal. Solange später alles klappte, war er zufrieden, dann konnte Alex so viele Versammlungen anberaumen, wie er wollte. Adnan würde zu keiner einzigen erscheinen. Alex stellte sich vor das Whiteboard und ging erneut den Ablauf durch. Inzwischen klang das in Adnans Ohren wie ein Mantra. Auch er war der Meinung, dass man einen durchdachten Plan brauchte, aber er wusste, wie es wirklich ablaufen würde. Es würde drunter und drüber gehen, und sie würden improvisieren müssen. So würde es sein. So war es immer. Das Wichtigste war, dass sie einen ordentlichen Fluchtweg hatten, wenn ihnen die Bullen auf den Fersen waren und das Denkvermögen auf die Probe gestellt wurde. Ein paar Stunden später war es Zeit für die letzten Vorbereitungen. Adnan und Midan fuhren mit zwei gestohlenen Escorts zum Polizeirevier von Zollner. Adnan parkte seinen Wagen vor dem Eingang und zog die Decke weg, wodurch eine Kiste auf dem Rücksitz zum Vorschein kam. Kabel in verschiedenen Farben standen hervor und Adnan fand, dass das Teil ziemlich glaubwürdig aussah. Er stieg aus und versicherte sich, dass alle Türen abgeschlossen waren. Als er zu Midan ins Auto stieg, schielte er durch die großen Glasscheiben der Rezeption. Er konnte erkennen, dass dort jemand saß, aber niemand schien ihn bemerkt zu haben. Midan fuhr den Sund Wegen hoch und über die Eisenbahngleise, parkte hinter einem Mehrfamilienhaus, außer Sichtweite des Polizeireviers. Adnan griff nach einer schweren Kette und schlich damit in der Dunkelheit davon, die Kapuze hochgeschlagen und das Kinn so tief im Kragen der Jacke, wie es nur ging. Miran hatte die Aufgabe Ausschau zu halten. Er folgte Adnan bis zum Eisenbahnübergang, dort blieb er stehen. Adnan ging zu seinem Ziel, arbeitete schnell, zog die Kette durch das Gitter des großen Eisentors, durch das die Streifenwagen vom und auf das Gelände des Polizeireviers fuhren. Er sicherte die Kette mit einem dicken Hängeschloss vermied es, den Blick zur Kamera über ihm zu heben, hoffte, dass niemand diese Sekunden überwachte. Als er fertig war, ging er langsam zurück. Am liebsten wäre er gerannt. Miran hüpfte auf der Stelle auf und ab. Sie sprangen wieder in den Wagen. Adnan atmete aus. Alles gut gegangen? fragte Miran. Adnan nickte und murmelte ein Ja. Damit werden diese Arschlöcher eine Weile beschäftigt sein. Midan sah stolz aus, als wäre er auf die Idee gekommen. Als sie am hüwitzer Einkaufszentrum vorbeifuhren, begegnete ihnen ein Streifenwagen. Adnan hielt die Luft an und schaute in den Rückspiegel, sah den Wagen hinter einer Kurve verschwinden, atmete aus. Scheiße, sagte Midan, was hätten wir gemacht, wenn Sie gewendet hätten? Abhauen natürlich, sonst wäre alles im Eimer gewesen. Midan nickte und blickte noch einmal in den Rückspiegel, Adnan ebenso. Dia und Alex hatten eine ähnliche Mission erledigt, nur in Zollentuna. Hoffentlich konnten sie auf diese Weise die Polizeitruppen von Westerwurt und Nordworth so weit stören, dass sie einen gewissen Vorsprung bekamen. Alle vier trafen sich jetzt hinter einer geschlossenen Autowerkstatt. Sie zogen die Overalls an und sahen damit wie ganz gewöhnliche Bauarbeiter aus. Alex öffnete den Kofferraum und gab jedem eine schusssichere Weste und eine Sturmhaube. Adnan legte die Weste an und schob die Mütze in die Hosentasche. Die Weste vergrößerte seinen Brustumfang um einige Zentimeter und erspannte die Muskeln darunter an. Er war nicht so oft im Kraftraum gewesen, wie er geplant hatte, aber er war trotzdem halbwegs in Form. Hier, sagte Alex zu Diar und reichte ihm eine MP5. Er ging weiter zu Adnan, der auch eine Waffe bekam. Adnan kontrollierte, ob das Magazin richtig saß und schaute durchs Visier. Midan erhielt seine Attrappe. Vergiss nicht, dass du sie dort lassen musst sagte Alex. Midan nickte. Das war eigentlich seine einzige Aufgabe. Im Übrigen würde er dabei sein, um die Mannschaftsstärke zu erhöhen und die Sicherheitsleute einzuschüchtern, damit sie sich nicht trauten, Widerstand zu leisten. Sie stiegen in den Sierra, ließen den Escort hinter einem Haufen Schrott stehen, wo man ihn von der Straße aus nicht sehen konnte. Adnan bibberte vor Kälte, die Scheiben beschlugen und die Jahr drehte die Heizung voll auf. Er saß am Steuer. Er war der beste Fahrer. Midan blies sich in die Hände und holte eine Tüte aus der Tasche, gab jedem mit zitternder Hand eine kleine Pille, Adnan nahm seine und schluckte sie hinunter. Der Rausch kam schleichend, löschte geschickt jegliches Mitgefühl aus, spülte alle Zweifel weg, die vorher in seinem Kopf herumgespukt hatten. Ihm war es jetzt scheißegal, was seine Eltern denken würden, wenn man ihn erwischte, dass er verletzt werden könnte, vielleicht getötet, erschossen von einem Bullen. Niemals. Das würde nicht passieren. Und Amanda, sie konnte ihn mal. Es war ihm alles scheißegal. Die Jahr fuhr in Richtung Chista Galleria, zu dem Geldtransport, der sie reich machen würde. Handys einschalten. Ein Befehl von Alex. Adnan gab seinen Pincode ein und rief sofort Sascha an. Der antwortete mit einem Hallo. Adnan legte auf, alle waren dabei. Sie parkten im Hansterwagen vor der Galerie. Warteten. Adnan musste pinkeln, hielt es zurück. Schließlich piepste sein Handy, er sah die Nachricht, wie erwartet kam sie von Sascha, sonst hatte niemand die Nummer. Frohe Weihnachten, las Adnan. Das war der Code, dass der Geldtransporter nahte, Sascha hatte es geschafft. Er sollte zu den Sicherheitsleuten in der Galerie hochgehen. Sascha ging oft zu ihnen, um ein wenig zu quatschen. Das wäre also nichts Merkwürdiges. Das Schwere würde sein, auf unverdächtige Weise länger dort zu bleiben und so auf den Überwachungsmonitoren zu sehen, wann der Transporter ankam. Aber jetzt befand sich dieser immerhin schon mal in der Anfahrt. Adnan nickte Alex zu, der darauf sein Handy hervorholte. Adnan wusste, dass er 112 wählte und konnte es auch an den Tönen hören. »Geh dran, verdammt«, fluchte Alex. Dann verstellte er seine Stimme. Hallo, hört genau her. Ich habe zwei Wagen vor die Polizeireviere in Zollner und Zollentuna gestellt. In jedem davon ist eine Bombe. Die werden in einer halben Stunde hochgehen. Er legte auf und zog seine Sturmhaube heraus. Die anderen taten es ihm gleich. Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt geht's los! schrie Alex. Massenweise Testosteron auf engstem Raum. Niemand konnte sie aufhalten. Kripo. Fünfter Stock. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Amanda arbeitete erneut nach ihren Sonderschichten an den beiden Tagen zuvor. Knippe wollte bei den Ermittlungen keine Zeit verlieren, daher hatten sie beschlossen, dass zwei Tage zum Weihnachtenfeiern ausreichen mussten. Im Büro war es still. Amanda war die Erste, soweit sie sehen konnte. Es brannten keine Lampen, außer ein paar Adventskerzen in den Fenstern. Sie ging zum Waffenraum und holte ihre Sig Sauer, das OC-Spray und das Funkgerät, befestigte die Ausrüstung an ihrem Gürtel, wollte stets bereit sein, falls sie einen Außeneinsatz hatte. Dann ging sie in die Küche, um einen Kaffee aufzusetzen und war überrascht, als sie auf Magnus traf. "Oh, arbeitest du heute auch?" Er drehte sich um und sah sie an, wirkte erschöpft. "Ich habe wieder mit Nova zu tun." "Ist was Besonderes?" "Kann sein." Er machte keinen sonderlich gesprächigen Eindruck machst du gerade kaffee er nickte und drehte sich wieder weg nahm einen filter und schüttete kaffeepulver hinein amanda musterte ihn von hinten wie hatte sie es nur ertragen sich mit ihm einzulassen sie erschauerte aber sie hatte es für sanna getan und würde es noch einmal tun wenn es nötig wäre hoffentlich hatte sie bereits das erreicht was sie wollte vieles deutete darauf hin du hast dich nicht mehr gemeldet sagte sie magnus hielt inne und wandte sich um Du hast ja auch nicht gerade die Ohren heiß telefoniert. Aber du hattest ja andere Sachen im Kopf, stimmt's? Was denn? Stell dich nicht so dumm. Das ganze Revier weiß, mit wem du's treibst. Da wissen die mehr als ich. Sie trat einen Schritt näher. Er konnte nicht ausweichen. Hinter ihm war der Küchenschrank. Du wirkst eifersüchtig, Magnus. Wie läuft es eigentlich mit deiner Frau? Die Frage schien ihn zu treffen. Die Fassade bröckelte. Bilde dir nicht ein, dass ich dich hier weiterarbeiten lasse. Sobald ihr mit diesem Fall fertig seid, hockst du wieder im Streifenwagen. Wenn du Glück hast. Wie hast du es mit Holm angestellt, hä? ein Quickie auf seinem Schreibtisch vielleicht? Sie lächelte, trat ein Stück zurück und ließ ihm mehr Raum. Nicht ganz so. Ich habe es eher auf deine Weise gelöst. Deine Tage hier sind gezählt. Nein, deine, sagte sie still zu sich, als sie wegging. Vicky kam schnaufend herein. Amanda und Klippe saßen bereits auf einem Sofa und unterhielten sich. Meine Güte, der wird ja sauer, sagte Vicky und deutete mit einem Kopfnicken in Richtung Magnus, dem sie im Flur begegnet war. Vielleicht Probleme mit seiner Alten, meinte Amanda schulterzuckend. Ja, irgendwas hat er. Sorry, dass ich zu spät bin. Klippe antwortete, Macht nichts. Ich hoffe, du hattest ein schönes Fest. Ja. Yep. Nur zu viele Süßigkeiten. Wem sagst du das? Du übrigens, hast du nicht letzte Woche die Angehörigen von Sanna Dahlström vernommen? Ja, genau. Ich habe nur vergessen, das Protokoll auszudrucken. Ich kümmere mich gleich darum. Sie blickte beim hinausgehen zu Amanda, diese nickte ihr dankbar zu. Vicky hatte Krippe nicht verraten, dass es Amandas Eltern waren, die sie vernommen hatte. Vickys Konto an Pluspunkten wurde größer. Klippe seufzte. Wir treten auf der Stelle. Das Einzige, was wir haben, ist ein Schuhabdruck. Holm hat recht, wir müssen Magnus ins Verhör nehmen, das ist unsere einzige Chance. Er würde nichts zugeben. Im besten Fall kriegt er ein Disziplinarverfahren an den Hals, und das bringt uns gar nichts. Im Gegenteil. Hast du einen besseren Vorschlag? Amanda schluckte. Ich will ins Paradies. Die Opfer waren alle im Paradies. Ich möchte, dass wir ein paar Ermittler hinschicken. Sie sollen sich unauffällig unter die Leute mischen und irgendeinen Anlass für eine Hausdurchsuchung finden Alkohol an Minderjährige, Drogen, Arbeitserlaubnisse der Türsteher. Wie viele Gäste haben Sie, und wie viele erklären Sie beim Finanzamt, was auch immer? Und wenn wir nichts finden, müssen wir trotzdem rein. Dann müssen Sie etwas erfinden, improvisieren. Das nennt sich echte Polizeiarbeit. Ich kümmere mich darum. Gab es keinen Anlass für eine Hausdurchsuchung, dann verschaffte man sich einen. Dies war eine Lektion, die Magnus Blomberg ihr bei einer der ersten gemeinsamen Schichten beigebracht hatte. Vicky kam mit einem Ausdruck der Vernehmung zurück, die sie mit Amandas Mutter durchgeführt hatte, legte die Blätter vor Krippe auf den Tisch. Was ist los? fragte sie. Magnus ist ja eben fast gerannt. Er sah total gestresst aus. Vielleicht regt sich da draußen was, meinte Krippe. Sie wollten ja, dass wir Nassimi in Ruhe lassen, weil sie dachten, dass er irgendein Ding in Chista drehen würde. Wenn wir Glück haben, schnappen sie ihn bald. Dann können wir ihn auch zu Jansine befragen. Amanda zog ihr iPhone aus der Tasche und wischte mit dem Finger über den Bildschirm, bis sie fand, was sie suchte. Sollte er uns dann nicht Bescheid sagen? fragte Vicky. Klippe schüttelte den Kopf. Das machen sie nie. Nova. Die haben Angst, dass ihn jemand was kaputt macht oder dass jemand anderes schneller ist als sie. Wir fahren raus, sagte Amanda und stand auf. Krippe und Vicky schauten sie erstaunt an. Zugleich meldete der Polizeifunk Prio-Aufruf von 30. Bombendrohung für die Polizeireviere in Zollner und Zollentuna. Alle in den betroffenen Polizeirevieren befindlichen Personen sollen sich umgehend in den Arrest begeben, bis wir über weitere Informationen verfügen. Der Einsatz läuft über Kanal 31. Bitte alle mithören und sich bereithalten für eine mögliche Evakuierung festgehaltener Personen. Einsatz 31 für alle. 3-0 Ende Prio Aufruf. Over and out. Jeder nimmt einen Wagen. Wenn wir Glück haben, dann haben sie unsere Garage vergessen und nur an die Streifenwagen gedacht. Amanda war bereits auf dem Weg zum Aufzug. Scheiße, ich muss noch in den Waffenraum. Wir bleiben auf unserem üblichen Kanal. Ich höre so lange bei 31 mit. Klipper eilte los. Amanda hob den Daumen, die Tür des Aufzugs schloss sich. Sie war unterwegs nach unten in die Garage. Sie blickte wieder auf ihr Telefon. Der Empfang im Aufzug war nicht sonderlich gut, aber sie konnte dennoch sehen, dass sich ihre drei Objekte bewegt hatten. Die Objekte, zwei Ford Escort und ein BMW, die Adnan und seine Kumpel gestohlen hatten. Sie war Adnan nach ihrem Treffen am Brünswiken gefolgt, durch die Stadt bis nach Kungsholmen, hatte beobachtet, wie er in der Bergesgatan in ein Haus gegangen war. Nun kannte sie Adnans Versteck, und nachdem sie es ein paar Tage lang beobachtet hatte, kristallisierte sich ein umfassendes Bild seines Umfelds heraus. Die Yar Semakala. Bei ihm hatte Adnan vor einiger Zeit zur Miete gewohnt, hatte seinen ersten Raub mit 13 Jahren gemacht, verlegte sich auf Supermärkte und Forex-Filialen, bis er schließlich Polizeihubschrauber abschoss und ein Frachtzentrum der Post in Göteborg überfiel. Midan Kudin. Amanda erinnerte sich, dass Adnan einmal von ihm erzählt hatte. Auch er hatte ein saftiges Vorstrafenregister, aber die Schwere seiner Vergehen hatte drastisch abgenommen. Von Bankraub und Drogenverkauf in den Hochzeiten bis zu Kleindelikten und ungebührlichem Verhalten in den letzten sechs Monaten. Lang andauernder Drogenkonsum war vermutlich die Erklärung für diesen Niedergang. Alex Rüers durch die Gangart und die raumgreifende Körpersprache konnte Amanda ausmachen, dass er es war. Außerdem war er fast zwei Meter groß, was die Identifizierung vereinfachte. Nach einem genaueren Blick ins Passregister war Amanda sicher. Rüas Strafregister deckte nahezu jede Verbrechensart ab. Der Beschreibung zufolge hatte er sich drei Tränen unter ein Auge tätowieren lassen. Sympathischer Kerl. Alex war noch nicht sehr lange in Freiheit. Wie die Jahr hatte er in Göteborg in Untersuchungshaft gesessen. Als erstes hatte sie einen GPS-Sender unter einem gestohlenen Escort angebracht. Bald erkannte sie ein Schema. Autos wurden geklaut, während der Escort am selben Ort positioniert blieb. Sie brachte an zwei weiteren Wagensender an, folgte ihnen täglich über ihr iPhone, auf dem sie eine Überwachungssoftware installiert hatte. Sie hatte die Sender im Internet gekauft, ein Kinderspiel. In der Garage war der Empfang ganz weg. Sie nahm einen Audi und schaltete den Polizeifunk ein, hörte, dass sie noch immer mit dem Tor beschäftigt waren. Sie fuhr auf die Ausfahrt zu, das Tor öffnete sich, genau wie sie gedacht hatte. Die Garagenausfahrt war offen. Da hatte jemand seine Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht. Sie holte erneut ihr Telefon hervor Empfang. Versuchte beim Fahren auf den Bildschirm zu linsen. Der eine Escort stand in Helene Lund, der andere in einem Industriegebiet in Chista, der BMW in Ervinge. Die Symbole bildeten ein Dreieck. In der Mitte Chista Galleria. Sie hatte vermutet, dass sie irgendwo in Chista zuschlagen würden, da sich der eine Escort viel in diesem Bereich bewegt hatte. Und Krippe hatte gesagt, dass jemand bei Nova von der Chista Galleria gesprochen hatte. Vermutlich verfügten die Nova-Leute über mehr Informationen, aber sie war sicherlich die Letzte, die davon erfahren sollte. Sie fuhr in Richtung Hagar Norra, ihr Telefon klingelte auf dem Beifahrersitz, sie blickte auf das Display. Adnan. Ihr Magen zog sich zusammen, tausend Fragen wirbelten in ihrem Kopf, die Bedenkzeit war zu kurz. Sie nahm den Anruf entgegen. Wer ist dran? hörte sie eine Stimme im Ohr. Es klang wie Adnan, aber doch nicht ganz. Amanda, und wer bist du? Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Stecke bis zum Hals in der Scheiße. Ganz ruhig. Mit wem rede ich eigentlich? Pause. Samir, ich bin Adnans Bruder. Ich weiß, dass du mit ihm zusammen warst. Er wird mich umbringen, wenn er das hier erfährt, Mann. Samir, das konnte interessant werden. Was ist passiert? Und warum rufst du mit Adnans Telefon an? Du musst mir helfen. Fuck, ich wurde gezwungen erpresst, ich will nicht, dass er stirbt. Erzähl mir jetzt ganz ruhig, was passiert ist. Sie fuhr auf die E4 nördliche Richtung. Schneematsch spritzte unter dem Wagen. Kurzes Schweigen. Kann ich dir vertrauen? Adnan's kleiner Bruder, der sie fragte, ob er ihr vertrauen konnte. Adnan, der ihrer Schwester Drogen verkauft hatte. Natürlich, antwortete sie. Hör mal, Samir, ich habe wenig Zeit. Sag mir, was passiert ist, sonst kann ich dir nicht helfen. Schweigen. Die Anspannung stieg. Schließlich. Adnan hat irgendwas vor in Chista. Er hat mir sein Handy gegeben, damit niemand es mit dem Ort in Verbindung bringen kann oder sowas in der Art. Was hat er vor? Ein Überfall, glaube ich. Keine Ahnung. Nichts Gutes jedenfalls. Warum erzählst du mir das? Willst du, dass dein Bruder ins Gefängnis geht? Samir atmete hastig. Ich will nicht, dass er stirbt, kapier das. Ich habe das alles einem Bullen erzählt, der mir versprochen hat, bei was anderem zu helfen. Und dann ging alles schief. Wir wurden von ein paar Jugoslawen entführt. Einer davon heißt Milorad Kaljewicz, Der bedroht auch meinen Bruder. Ich wollte nicht mehr mitmachen, aber der Bulle hat mich gezwungen. Also habe ich Milorad von dem Überfall erzählt. Und der hat dann gedroht, dass er meinen Bruder sagen wird, dass ich ein Verräter bin. Und er hat gedroht, dass er meine Familie umbringt. Und langsam, nur damit ich dich richtig verstehe. Hast du Milorad Kraljewicz gesagt, dass Adnan einen Raubüberfall in Chista plant? Ja. Und das hast du auch einem Polizisten erzählt? Wie heißt er? Sie fragte, obwohl sie es eigentlich schon wusste. Spielt das eine Rolle? Du rufst mich hier an und bittest um Hilfe. Ich habe keine Zeit für Gegenfragen. Antworte! Magnus irgendwas. Amanda holte tief Luft. Die Neuigkeit, dass die Jugoslawen womöglich in einem Hinterhalt lagen, hatte sie überrumpelt. Das hatte sie nicht mit einberechnet. Und was soll ich jetzt machen, Samir? Was weiß ich, du bist ja die Polizistin. Und du magst meinen Bruder. Ich kapiere zwar nicht, warum er mit dir was hat, aber egal. Die Jugoslawen werden ihn umbringen. Schnallst du das nicht? Weißt du noch mehr, das du bis jetzt nicht erzählt hast, die genaue Uhrzeit? Was überfallen sie? Welche Waffen haben sie? Nein, ich weiß nicht mehr. Pause. Die Polizeischule zischte rechts von Amanda vorbei wieder Samirs Stimme im Ohr. Aber er hat mal mit Sascha telefoniert, der ein Café in der Galeria hat. Das war ein bisschen komisch, die beiden kennen sich eigentlich nicht so gut. Über was haben sie sich unterhalten? Keine Ahnung, mein Bruder ist weggegangen. Ich muss jetzt auflegen, Samir, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Flehend. Versprich mir, dass er nicht stirbt, bitte! Ich tu, was ich kann. Sie legte auf. Umklammerte das Lenkrad und versuchte die neuen Informationen zu verdauen, bilanzierte gute und schlechte Neuigkeiten. Das Gute, Magnus hatte Adnans kleinen Bruder bearbeitet, wie sie gehofft hatte, das lief soweit in die richtige Richtung. Das Schlechte, die Beteiligung der jugoslawischen Mafia, das konnte alles zunichte machen. Adnan könnte sogar umkommen, wie es mir gesagt hatte. Kümmerte sie das? Durfte es nicht. Sie schob die Gefühle beiseite und konzentrierte sich auf die Fakten. Adnan saß auf Infos, die mit Zanna zu tun hatten. Infos, die sie brauchte. Er durfte nicht sterben. Nicht heute. Ach, ich zittere beim Schreiben. Diese Tage waren die schlimmsten meines Lebens und zugleich irgendwie befreiend. Ich kann es nicht richtig erklären, denn ich habe Todesangst. Ich weiß noch immer nicht, was mich da geritten hat, dass ich mich getraut habe. Noch nie habe ich Magnus so baff gesehen. Zuerst hat er gelacht, als ihm klar wurde, dass ich es ernst meine, wurde er wütend. Aber er hat sich vor den anderen zusammengerissen, das war meine Rettung, dass ich dort war. Sonst hätte er mich zu Tode geprügelt. Ich wohne jetzt bei Annelie und Pelle, bis ich etwas eigenes gefunden habe. Sie unterstützen mich voll und ganz. Annelie war unheimlich froh und meine Eltern sind schockiert. Ich glaube, dass sie immer etwas ahnten, es aber lieber verdrängt haben. Alles fühlt sich unwirklich an, wie ein Traum. In der einen Sekunde verspüre ich Todesangst und frage mich, was ich getan habe. Habe ich das Richtige gemacht? Werde ich es bereuen? In der nächsten Sekunde bin ich furchtbar erleichtert. Endlich kann ich mein Leben so leben, wie ich will. Kann ich das? Will ich das? Die Gedanken gehen kreuz und quer. Ich bin fast vierzig und habe keine Kinder. Habe ich mir diese Chance verbaut? Ich muss einen Tag nach dem anderen leben und mir sagen, dass es eigentlich nicht schlimmer werden kann. Was sollte ich nur ohne dich machen, liebes Tagebuch? Kuss. Magnus stieg auf die Bremse. Der Wagen vor ihm hatte wegen eines Alten mit seinem Köter an einem Zebrastreifen gehalten. Verfluchter Idiot! Hörte er die Sirene nicht? Magnus drückte auf die Hupe, der Blödmann vor ihm blickte in den Rückspiegel, Magnus gab ihm fuchteln zu verstehen, dass er zur Seite fahren sollte, zeigte auf das Blaulicht, das auf dem Dach seines Wagens blinkte. Sobald der Weg frei war, drückte er aufs Gas, Reifen quietschen, der Alte starrte ihm vom Bürgersteig, auf den er sich gerettet hatte, erschrocken hinterher. Magnus raste davon, seine Gedanken schwirrten ungehemmt. Wie zum Teufel konnte sie nur, diese Fotze, hatte ihn vor der ganzen Familie erniedrigt. Er versuchte sich zu konzentrieren und hörte auf Kanal 31 mit Sie hatten es noch immer nicht geschafft, die Kette am Tor durchzuschneiden, warteten wohl auf den Rettungsdienst. Außerdem würde es eine halbe Ewigkeit dauern, bis die Bombenexperten vor Ort waren und feststellten, ob es sich überhaupt um eine Bombe handelte oder nicht, was bestimmt nicht der Fall war. Es war ein Scheinmanöver, um sämtliche Polizisten in eine bestimmte Ecke zu locken, dann konnten sie in aller Seelenruhe ihren Überfall durchziehen. Kapierten die anderen das nicht? Aber es war gut für ihn. Perfekt sogar. Nun konnte er sie selbst erwischen. Der kleine Samir hatte sich endlich gemeldet. Es war soweit. Viel mehr als diese Information hatte Samir nicht zu liefern gehabt. Aber er war sich ganz sicher gewesen, dass es an diesem Abend geschehen würde. In Chista glaubte er. Chista war auch in Magnus Augen der wahrscheinlichste Ort. Und seitdem der Alarm wegen der Bomben und der sabotierten Ausfahrten rausgegangen war, war er überzeugt, dass Samir Recht hatte. Erst im Wagen hatte er die Nova Gruppe benachrichtigt, wollte sie nicht zu früh dort haben. Er wusste, dass Nova das Sondereinsatzkommando und das ganze Tralala anschleppen würde, aber er würde als erster dort sein, er war derjenige, der alles bezeugen konnte, der den ersten Schuss abfeuerte, der vielleicht sogar jemanden verhaftete. Er drückte an der nächsten Kreuzung auf die Hupe, die Sirene heulte schneller und er bog ab, gab Gas. Das Headset in seinem Ohr knisterte peter an mange kommen mange seit wann nannte ihn jemand mange er drückte auf den sendeknopf ja komm position kommen bankhüs 90 dann bist du vor uns da wir verlassen in diesem moment kungsholmen das einsatzkommando ist auch unterwegs nur zur info kommen wie erwartet verstanden ich suche eine günstige position und melde mich wenn ich etwas sehe over and out passt over and out er hatte es nicht mehr weit und beschleunigte auf der Umfahrung bei Kümmlinge noch mehr, schaltete die Sirene aus, versuchte einen Plan zu erstellen. Wo könnte er parken? Sollte er im Wagen sitzen bleiben? Welches Ziel war am wahrscheinlichsten? Das Juweliergeschäft Gültfünd lag günstig an einem Ausgang des Parkhauses. Forex lag noch besser mit einem Ausgang direkt auf die Straße. Hatten sie einen Insider? Im Kreisverkehr von Honster überholte er einen Mini Cooper eine blonde Tussi, die Pia ähnelte am Steuer. Die Messer in der Magengegend stießen erneut mit voller Kraft zu. Was machte Pia jetzt? Wo wohnte sie? Er hatte mehrmals versucht, sie anzurufen und hatte ihr bestimmt über hundert SMS geschickt, aber sie antwortete nicht. War er nicht einmal eine Erklärung wert? Traf sie einen anderen? Natürlich tat sie das. Das erklärte alles. Er ballte die Faust und schlug auf das Lenkrad, keuchte, versuchte sich zu beruhigen, schob eine nervende Haarsträhne vom Auge weg. Fokussieren, Magnus, fokussieren! Konzentration auf die Aufgabe! Um Pia würde er sich später kümmern. Adnan hörte sein eigenes Herz schlagen. Die Sturmmaske klebte an der Haut, er blickte zu Midan. Diesmal saß die Maske auch bei ihm. Ja! Alex johlte wie ein Cowboy, streckte seine Faust in die Luft, die anderen schlugen ein. Jetzt hieß es Alex, Dia, Midan und Adnan gegen den Rest der Welt. Sie waren in einer Millisekunde aus dem Wagen. Ursprünglich hatten sie gewollt, dass ein Fahrer zurückblieb, aber sie hatten beschlossen, dass alle bei der Attacke gebraucht wurden. Alex war als erster auf der Laderampe, lief lautlos zwischen den Betonpfeilern entlang, die anderen folgten ihm. Adnan hielt die MP5 fest umklammert, sah sich um. Die Garage voll mit Autos, schräg geparkt zwischen den Markierungen, Neonröhren an der Decke, Glaswände umschlossen die Rolltreppe, die nach oben zum Shoppingbereich führte. Ein Stück weiter entfernt lud eine Familie mit zwei kleinen Kindern Einkäufe in ihren Volvo. Sie bemerkten nichts. Noch nicht. Dann sah Adnan den Geldtransporter auf dem Weg zur Tür mit dem Safe. Der Wagen fuhr langsam, blieb schließlich vor der Goldgrube stehen. Sie hatten den Geldtransporter in einem Halbkreis umringt. Adnan kauerte hinter einem Wagen, die hinter einem Pfeiler. Alex und Midan konnte er nicht sehen. Adnan kratzte sich durch den Stoff an der Wange. Stiegen die Sicherheitsleute denn nie aus? Hatten sie Verdacht geschöpft? Er hörte Stimmen, die sich von hinten näherten. Die Türen gingen auf, auf der Beifahrerseite stieg eine Frau aus, hielt eine Tasche in der Hand. Adnan erkannte sie, sie war schon öfter gefahren, klein und mollig. Erleichterung, mit ihr würden sie leicht fertig werden. Auf der Fahrerseite kam ein männlicher Sicherheitsbeamter heraus, Adnan schätzte ihn auf gut vierzig. Ihn hatte er noch nie gesehen, vielleicht war er neu auf dieser Route? Der Sicherheitsmann sah sich um und ging zu seiner Kollegin, die vor der Safe-Tür stand. Adnan hörte Stimmen hinter sich näher kommen, zwei junge Frauen, beide mit einer Zigarette in der Hand, gingen in ihre Richtung, er zog sich rasch wieder zurück. Hatten sie ihn gesehen? Die Stimmen verstummten, die Schritte hielten inne. Die Beifahrerin hantierte jetzt an der Tür herum, die Tür ging auf, jetzt war der Augenblick gekommen, jetzt. Aber Alex musste das Startsignal geben, was zum Henker trieb er? In diesem Moment brüllte Alex los Legt euch hin, aber plötzlich. Adnan fuhr hoch, ein rascher Blick zu den Sicherheitsleuten, dann drehte er sich zu den beiden Frauen um, die jetzt nur einen Meter von ihm entfernt waren. Er hob die Waffe. Zurück, sofort, und werft die Handys weg. Er wandte sich wieder um, versuchte zu erkennen, was da vorne passierte, sah, dass die Ja und Midan sich Alex angeschlossen hatten, er blickte erneut zu den beiden Frauen. Die eine tippte auf ihrem Handy herum. Er handelte blitzschnell, drehte die Waffe um, schwang den Kolben gegen ihren Kopf, sie fiel. Die Frau daneben schrie gellend auf, er lief auf seine Kumpel zu, hörte wieder Alex. Wenn du auf den Alarm drückst, bist du tot, du Fotze, ist das klar? Jahr holte Taschen aus dem Safe und legte sie in eine andere Tasche. Adnan hoffte, dass sie voller Geld waren, er konnte es nicht erkennen. Alex brüllte weiter, Midan auch. Scheiße, wie er schrie, Midan. Auf einmal warf Alex etwas in seine Richtung. Er packte aus reinem Reflex zu. Autoschlüssel. Ein paar große Schritte bis zur Hecktür des Transporters. Er drehte den Schlüssel im Schloss um, öffnete. Noch zwei Taschen. Yes. Festgekettet. Er wandte sich um. Midan tauchte auf. Die Hydraulikpumpe samt Schere bereit. Midan schaltete die Pumpe an. Adnan nahm die Schere und begann zu schneiden. Erste Tasche frei. Weiterschneiden. Zweite Tasche frei. Sie sprangen heraus, die Sicherheitsleute auf dem Boden, die Hände hinter dem Kopf. Adnan blickte sich um und stellte fest, dass noch mehr Leute kapiert hatten, was vor sich ging. Sie duckten sich hinter Autos, versteckten sich hinter Pfeilern, liefen auf die Ausgänge zu, vereinzelte Schreie. Die Jahre holte immer noch Tüten aus dem Safe. Alex brüllte, schwang seine MP5 ausholend hin und her. Waren sie nicht bald fertig? Adnan wandte sich wieder den Leuten zu. Ein Typ mit Handy am Ohr. Er hörte sich selbst. »Wirf das Handy weg, du Arschloch. Willst du eine Kugel in den Kopf, ha? Er zielte auf den Mann, der das Handy fallen ließ. Wie bescheuert musste man sein, um einen Anruf zu versuchen, während man eine Waffe vor der Fresse hatte. Endlich. Die kniete vor der Safe Tür, zog den Reißverschluss der Tasche zu. Sie konnten abhauen alles war gelaufen wie am Schnürchen. Plötzlich Diar sprang auf, richtete die Waffe in seine Richtung und schoss etwas pfiff am Ohr vorbei. Er fuhr herum, sah einen Mann mit einer Pistole in der Hand, der sich hinter einen Kinderwagen schmiss, dann zu einem Auto weiterkrabbelte. Adnan starrte zu Diar Polente. Scheiße, wie zur Hölle konnten die Bullen schon da sein. Adnan hob wieder die Waffe und ging auf den Wagen zu, hinter den sich der Zivilbulle geflüchtet hatte, feuerte eine Salve ab, gelangte zum Wagen, sah niemanden. »Da drüben!« Mirans Stimme. »Hinter dem Lieferwagen!« Adnan marschierte in die Richtung, die Miran anzeigte, hörte ein paar Schüsse, das Blech knallte neben ihm, Popcorn in der Welt der Roofies. Er war unsterblich. Amanda umklammerte das Lenkrad. Warum hatte Samir sie angerufen? Sie bog in Richtung Chista ab. Warum hatte Adnan mit seinem kleinen Bruder über sie gesprochen? Auf der Umgehungsstraße. Würde Milorad Kraljewicz ihn hinrichten? Chista Tower in der Ferne. Vielleicht war alles schon vorbei. Sie hatte nichts im Polizeifunk gehört. Sie parkte an der Bushaltestelle gegenüber der Galeria und blickte auf ihr Telefon. Die Wagen standen noch immer an derselben Stelle. In einem Dreieck um die Galeria. Was sollte sie tun? Nur da sitzen und warten? Sie schloss die Augen, versuchte nachzudenken, fuhr von der Bushaltestelle weg, drehte eine Runde um das Einkaufszentrum. Nichts Auffälliges. Von 3.0 erhalten Meldung von einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Geldtransport in der Chister Galleria. Mindestens vier Täter mit Automatikwaffen. Wagen zum Einsatzort. Kommen! Der Zirkus hatte begonnen. Hatte er getroffen? Keine Ahnung. Er hatte seinen Wagen am Eingang in der Nähe von Forex geparkt. Alles hatte normal ausgesehen. Die Leute warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren. Ihm wurde klar, dass das nicht das Ziel sein konnte. Er ging in die Galeria, schob sich durch dicke Jacken und Tüten voller Artikel aus dem Schlussverkauf. Er eilte die Treppe zur Tiefgarage hinab. Ihm kam ein junges Paar entgegen, das auf dem Weg nach oben war und aussah, als sei es einem Gespenst begegnet. Er begriff, dass er die richtige Spur hatte, erkannte sofort, was los war, als er unten anlangte. Schlich sich zwischen geparkten Autos heran und stand plötzlich nur noch wenige Meter neben einem der Räuber, der ihm den Rücken zugewandt hatte. Magnus dankte Gott und hob die Waffe. Zu spät. Wurde von einem anderen entdeckt und musste sich hinter einen Kinderwagen schmeißen, um nicht von den Kugeln getroffen zu werden. Nun kauerte er hinter einem Lieferwagen neben einem Vorderreifen, irgendeine Frau schrie und der Lärm hallte zwischen den Betonwänden. Er hörte die hastigen Schritte der Menschen, von den Räubern kein Mucks. Sie wussten, wo er war. Er hielt seine Pistole schussbereit. Wie viele Patronen hatte er noch? Er hatte zwei Schuss abgegeben oder waren es drei? Scheißegal, es gab noch mindestens fünf. Zeit, das Magazin zu wechseln, würde er nicht haben. Nicht jetzt. Er musste sich unbedingt wegbewegen, bevor einer der Ganoven auftauchte. Er machte einen Satz und rannte los, nahm dabei aus den Augenwinkeln eine dunkle Gestalt wahr. Er warf sich hinter ein Auto. Der Schuss knallte ins Blech. Er kroch weiter zum nächsten Wagen. Die dunkle Gestalt folgte ihm, schoss auf jedes Auto, hinter dem er sich verbarg. Magnus hatte keine Chance für einen Gegenangriff. Er wollte zum nächsten Wagen, aber jetzt gab es keinen mehr. Nur noch die Betonmauer. Grau, hart, unüberwindlich. Er saß in der Falle. Der Feind näherte sich außer Schussweite, aber das spielte keine Rolle. Magnus schoss trotzdem. Ein Schuss, zwei Schüsse, vier oder fünf. Der Räuber im blauen Overall und schwarzer Sturmhaube baute sich vor ihm auf mitten in der Schusslinie. Aber was half das, wenn er keine Patrone mehr hatte? Magnus tastete nach dem Reservemagazin an seinem Gürtel seine Hand zitterte und das Magazin stieß klappernd gegen den Griff, als er versuchte es hineinzuschieben. So also sollte alles enden. Das Warten auf den Tod dauerte eine Ewigkeit. Adnan zögerte, den Finger am Abzug, war darauf eingestellt gewesen, den Zivilbullen, der auf einmal angegriffen hatte, zu erschießen. Aber jetzt? Der Typ hockte mit einer leeren Waffe zusammengesunken in einer Ecke, bettelte um sein Leben. Adnan kümmerte der Bulle zwar einen Dreck, aber die Spielregeln würden sich drastisch ändern, wenn er abdrückte, er würde den Rest seines Lebens gejagt werden, den Namen eines Polizistenmörders würde man nie vergessen. Aber er wollte trotzdem Angst machen, drückte dem Bullen die Mündung an den Kopf, wusste, wie dieser litt. Er war schon einmal in derselben Lage gewesen, hatte auch gedacht, es sei vorbei, die Furcht, der Frust, die Hilflosigkeit. Er musste das hier zu Ende bringen, damit sie abhauen konnten. Er holte mit dem Griff aus und zielte auf den Hinterkopf des Typen, als auf einmal ein paar gigantische Hühnen wie aus dem Nichts auftauchten. Sie liefen zwischen den Pfeilern entlang, schnell, entschlossen, kraftvoll. Wie war das möglich? Aber Irrtum ausgeschlossen. Kraljewitz-Männer. Alles wäre besser gewesen als das, sogar das Sondereinsatzkommando. Der Größte von ihnen, der Gorilla... Unterwegs in Richtung Geldtransporter, in Richtung Diyar, in Richtung Tasche. Zwei andere Typen folgten ihm, vermutlich dieselben wie an dem Tag, an dem Hajir niedergeschossen wurde. Alex brüllte etwas, aber niemand hatte die Zeit zu reagieren. Der Gorilla hob einen Arm, es knallte, Diar fiel zu Boden. Adnan schrie oder war es noch immer Alex? Jemand schoss, mehrere schossen, auch Adnan. Er lief nach vorn und warf sich hinter ein Auto, suchte Schutz. Stille. Das Blut rauschte. Die Kohle. Er lugte nach vorn, sah, wie der Gorilla die Tasche nahm, die Diar noch in der Hand hielt, obwohl er leblos am Boden lag. Adnan feuerte eine Salve ab, bekam eine aus einer anderen Richtung zurück und warf sich zur Seite. Die Kohle. Er schaute wieder nach vorn, traute seinen Augen kaum. Midan, der auf die zulief mit einer Attrappe, verdammt schlechter Zeitpunkt für einen Selbstmord. Adnan sprang auf, schoss nach rechts, nach links, gab Deckung, sah, wie Midan Dias MP5 aufhob, anlegte und losfeuerte. Der Gorilla kippte um, landete auf dem Bauch, den Kopf in einem anormalen Winkel verdreht, die Augen aufgerissen, überrascht. Die folgenden Minuten schwache Erinnerungsfragmente. Bullen kamen, jemand schoss, ein anderer schrie. Adnan, der die Tasche packt, Bullen überall, Jugoslawen, die aufgerissenen Augen des Gorillas, Schüsse. Adnan draußen auf der Straße rennt. Adnan der Unsterbliche. Aus den Meldungen, die Amanda auf Kanal 31 hörte, konnte sie sich nur sehr schwer ein Bild von dem machen, was passiert war. Einfach zusammengefasst: wilde Schießerei, mehrere Verletzte, Tote, Flüchtige. Womöglich waren ein paar in einem Auto entkommen. Die Täter hatten nicht nur auf die Polizisten geschossen, sondern sich auch gegenseitig angegriffen. Waren es zwei verschiedene Banden? Amanda wusste es, aber wer war auf der Flucht? Sie blickte wieder auf ihr Handy, die Autos bildeten noch immer dasselbe Dreieck um die Chista galleria Sie verließ die Bushaltestelle und fuhr in Richtung des Wagens in Ervinge. War dieser das Fluchtfahrzeug? Sie konnte nur raten, da sie noch keine weiteren Informationen erhalten hatte, beim Fahren verfolgte sie die Durchsagen auf Funkkanal 31. Es kam heraus, dass sich mindestens drei Täter auf der Flucht befanden, drei waren von Schüssen getroffen worden, zwei wurden für tot erklärt, der dritte war schwer verletzt, zwei hatte man gefasst, den Verletzten und noch einen. Ein Polizist war am Arm getroffen worden, ein Unbeteiligter hatte ebenfalls einen Schuss abbekommen, aus welcher Waffe war nicht bekannt. Daran würden sich die Medien später laben können. Die Ganoven hatten eine weitere unbeteiligte Person niedergeschlagen, sie war aber bei Bewusstsein. Mehrere Krankenwagen waren angefordert. Ein Sammelpunkt und ein dort verantwortlicher Einsatzleiter wurden bestimmt, ebenso ein Einsatzleiter für den Tatort. Straßensperren wurden eingerichtet, eine Voruntersuchung eingeleitet, ein Hubschrauber war unterwegs. Die Hunde würden in wenigen Augenblicken die Suche aufnehmen. Mitten in all dem Chaos gab es eine Struktur. Wie zum Teufel konntest du so bescheuert sein und auf eigene Faust eingreifen? brüllte Polizeieinsatzchef Nils Söderling Magnus an. Du hättest erschossen werden können, von deinen eigenen Männern. Keiner von uns wusste, dass du da unten warst, Herrgott nochmal. Magnus zitterte, vermutlich eine Folge des Schocks. Er saß in eine Decke gehüllt in Söderlings Einsatzbus, versuchte selbst zu kapieren, was passiert war. Ich hatte keine Möglichkeit, mich zu melden. Ich bin mitten in einen Schusswechsel geraten und musste an die Sicherheit der Passanten denken. Ich fang doch nicht an, ins Funkgerät zu quatschen, während auf mich geschossen wird. Da hat man was Besseres zu tun, das kann ich dir sagen. Söderling brummte etwas, das Magnus nicht verstand. Der Chef sah gestresst aus. Und wenn ich es richtig verstehe, wurde die eine Bande von einer anderen überrascht, die einen der Ganoven erschossen hat. Stimmt das? Magnus nickte. Wurde jemand von deinen Schüssen getroffen? Soweit ich weiß nicht. Es herrschte ja ein ziemliches Chaos, wie gesagt. Und wo warst du, als diese Jugoslawen hereingestiefelt kamen? Magnus schluckte. Ich hatte hinter einem Auto Deckung gesucht, war gerade dabei, das Magazin zu wechseln, als drei Typen auftauchten. Sie haben sofort angefangen zu schießen und haben versucht, an die Tasche mit dem Geld zu kommen. Hast du gesehen, wer den Großen von ihnen erschossen hat? Fatos hieß er, oder? Der Hulk. Nein, alles ging so schnell und es schwirrten überall Kugeln durch die Luft. Ich musste in Deckung bleiben. Verstehe. Du bleibst hier, ich werde dafür sorgen, dass dich jemand aufs Revier bringt. Deine Waffe kannst du gleich Emil geben. Magnus nickte erneut. Er kannte das Verfahren, das nun folgen würde, sah die Unmenge an Befragungen und Vernehmungen vor sich. Er freute sich nicht darauf, wusste, dass er Scheiße gebaut hatte. Aber ihm würde schon eine glaubwürdige Geschichte einfallen. Niemand würde je erfahren, dass ihm die Jugoslawen das Leben gerettet hatten. Er hatte fast vergessen, dass er selbst sie benachrichtigt hatte. Via Samir, der nicht die geringste Lust verspürt hatte, seinen Bruder bei Kraljewitz zu verpfeifen. Aber Magnus hatte am längeren Hebel gesessen. Er hatte die Möglichkeit erkannt, den ganzen Abschaum an einem Ort zu versammeln, um ein für allemal aufzuräumen. Aber er hatte Pech gehabt. Anstatt eines riesigen Ermittlungserfolgs war es um das nackte Überleben gegangen. In seinem Versteck zu bleiben, während es um ihn herum Kugeln hagelte, war das sicherste gewesen. Dann hatten seine Kollegen das Parkhaus gestürmt, hatten das Kommando übernommen, die Ganoven zu Boden gezwungen, einen davon erschossen, Handschellen angelegt, zugelassen, dass ein paar flohen. Leider. Aber Magnus lebte. Und er konnte noch immer ehrenvoll aus der Sache herauskommen. Er hatte sein Leben für die Allgemeinheit aufs Spiel gesetzt. Ja, das hatte er tatsächlich. Magnus legte die Decke weg und sah durch das Fenster des Einsatzbusses. Einige Journalisten lauerten bereits am Absperrband, um die beste Story zu erhaschen. Er streckte sich und stieg eilig aus. Guten Tag. Mein Name ist Magnus Blomberg, Kriminalkommissar. Ich habe die Räuber gestellt. Plötzlich war er draußen auf der Straße, rannte wie ein Irrer, die Tasche mit der Kohle über der Schulter, die MP5 in den Arm, hörte jemanden hinter sich, jemanden, der schnell war. Adnan drehte sich um, sah eine hochgewachsene, schlachsige Gestalt heraneilen. Erleichterung. Alex. sah, dass auch er Geldtaschen dabei hatte. Wie zum Henker hatte er das geschafft? Scheiße. schrie Alex. Adnan sah das ganz ähnlich, versuchte aber sich zu konzentrieren. Später würde noch genügend Zeit zum Fluchen sein. Wir nehmen den Wagen in Helenelund, und wir müssen die Waffen wegwerfen. Niemals, brüllte Alex. Mich kriegen Sie nicht mehr kapiert. Vorher knall ich diese Arschlöcher ab. Sie rannten durch ein Industriegebiet. Adnan keuchte. Er hätte mehr trainieren sollen. Seine Kondition ließ zu wünschen übrig. Vor ihnen heulten Sirenen. Sie wechselten die Richtung und kamen auf einen Schulhof. Zwei Jungen standen rauchend da und starrten ihnen nach, als sie vorbeizischten. Sirenen. Sie hechteten zwischen zwei Lieferwagen auf einen Parkplatz, sahen sich um, Polente überall, in jeder Windrichtung blinkte es blau. Sie rannten wieder los, auf einem Fahrradweg zwischen Bürogebäuden, Adnan hatte sich noch nie so gejagt gefühlt. Seine Kräfte ließen nach, die schußsichere Weste machte ihn langsamer. Sie gelangten zu einem Waldstück und rasten einen Hügel hinauf, hier war alles schwarz, keine Straßenlaternen. Die Augen gewöhnten sich nach einer Weile an die Dunkelheit, sahen wenigstens einen Meter weit. Sie warfen sich zu Boden, um Luft zu holen. Konnten sie hierbleiben und warten, bis die Bullen weg waren? Wunschdenken. Adnan versuchte zu sprechen, bekam aber keine Luft. Schließlich, Milan? Weiß ich. Alex konnte auch nicht reden. Ungewöhnlich. Keiner erwähnte die Ja, aber sie wussten es auch so. Dann sahen sie das, was nicht passieren durfte ein Hund, der auf der Straße umherschnüffelte, dahinter folgte ein Bulle mit einer komischen Frisur oder war es eine Mütze? Der Hund, einer der größten Schäferhunde, die Adnan je gesehen hatte, lief mit der Schnauze knapp über der Erde in ihre Richtung. Ihnen blieb keine Wahl, sie stemmten sich hoch, lange Laufschritte. Die Angst, von der Bestie angefallen zu werden, verlieh Adnan ungeahnte Kräfte, trotz der neuen Energie kam der Köter näher. Adnan spürte seinen Atem im Nacken, obwohl er noch gar nicht so nah war. Plötzlich erinnerte sich Adnan, schrie Alex zu Mach gleich einfach das, was ich dir sage. Adnan blieb stehen, musste zur Seite springen, um nicht von Alex überrannt zu werden, steckte den Zeigefinger in den Mund und hielt ihn in die Luft, stellte fest, auf welcher Seite es sich besonders kalt anfühlte. Alex starrte ihn an. Wir laufen ein Stück zurück, dem Hund entgegen. Mach einfach, was ich sage. Nie im Leben. Adnan hatte bereits gewendet, war unterwegs in Richtung Verfolger. Das kostete Überwindung. Alles in ihm wehrte sich dagegen. Wir legen ihn rein, rief er. Komm schon, Jalla! Kaum zu fassen, aber Alex folgte ihm. Nach einigen Metern sprang Adnan so weit er konnte zur Seite. Von da rannte er weiter. Alex kam hinterher. Adnan beschleunigte, hörte Alex keuchen und seine ausholenden Schritte hinter sich. Adnan war in einem Halbkreis gelaufen, hoffentlich stimmte wenigstens die Hälfte des Geredes des besoffenen Russen. Sie verringerten das Tempo, und Adnan drehte sich zu Alex um, weiße Zähne leuchteten in der Dunkelheit auf, Grinsen. Alex hatte es geschnallt. The Russian Way. Nun waren sie bald auf einer Höhe mit dem Suchtrupp, sie warteten. Er sah die Bestien nicht, als sie vorbeilief, aber er hörte das Geräusch der Pfoten im Schnee, gleich dahinter der Hundeführer. Sie schlichen hinterher. Der Bulle musste etwas gehört haben. Er drehte sich um. Adnan hatte keine Zeit zu reagieren. Alex hatte bereits die Waffe gehoben, schoss eine Salve ab. Die MP5 auf Dauerfeuer eingestellt. Der Bulle wankte, fiel zu Boden. Panik! Scheißdreck! Schrie Adnan. Seine Stimme stieg ins Falsett. Du solltest sie doch nicht abknallen! Alex stand da, keuchte, starrte auf sein Werk. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mehr in den Knast gehe. Adnan zupfte an seiner Sturmmaske herum. Hatte er sie immer noch auf? Genau das wirst du, aber kapierst du das nicht? Du hast einen Bullen umgelegt! Halt die Schnauze! Auf einmal sah Adnan die Augen in der Dunkelheit, glitzernd ein Stück vor ihnen, in Kniehöhe. Sie kamen immer näher, stiegen höher und höher. Alex krachte zu Boden, die Bestie über ihm. Aus einem Impuls heraus. Adnan suchte in der Tasche nach seinem Messer, ein doppelseitig geschliffenes, größeres Modell, Typ Rambo, zog es aus der Scheide, stach auf den Hund ein, der Köter jaulte auf. Adnan zog das Messer heraus, hob erneut den Arm, stach zu, die Bestie schien aufzugeben, legte den Kopf auf den Boden, ein Bein zuckte. Alex schob den Hund beiseite und stand auf, hielt sich den einen Arm, seine Jacke war zerrissen, Blut tropfte in den Schnee, sie konnten nichts machen. Alex war geliefert, beide wussten es. Trotzdem weg. Adnan und Alex hatten sich aufgeteilt, um die Verfolger zu verwirren, um die Chancen zu erhöhen, nicht gefasst zu werden. Aber welche verdammten Chancen eigentlich? Sie waren Polizistenmörder, sie würden für den Rest ihres Lebens auf der Flucht sein. Am liebsten hätte er Alex erwürgt. Fuck. Adnan war eine Ewigkeit lang gerannt, sein Kopf brummte, die Angst überwältigte ihn, griff jede einzelne Zelle an. Er war müde, scheißmüde. Die Tasche fühlte sich immer schwerer an und er wechselte hin und wieder die Schulter, um die Belastung zu verteilen, hatte auch die Waffe und die Sturmhaube hineingelegt, wollte keine Aufmerksamkeit erregen. Er versuchte möglichst auf direktem Weg nach Helene Lund zu laufen, zu dem Escort, den die Jahr und er als Reserve abgestellt hatten, doch es wimmelte überall von Polizisten. Ein Haken in die eine Richtung, ein Haken in die andere, das zehrte an den Kräften. Schließlich erreichte er sein Ziel. Er ging jetzt in normalem Tempo, keine Bullen in Sicht. Er betete zu Gott, auch wenn er nicht an ihn glaubte, dass die Karre noch da stand. Yes, er lief hin, öffnete die Tür, setzte sich auf den Fahrersitz und hob die Verschalung an, um an die Zündkabel zu kommen. Wenn er das hier hinkriegte, gab es vielleicht doch noch Hoffnung. Eine Stimme neben ihm. Keine Bewegung. Adnan wusste sofort, wer es war, drehte sich zu ihr hin und hob automatisch die Hände über den Kopf. Amanda zielte mit einer Waffe auf ihn. Wenn du auch nur einen Finger rührst, puste ich dir den Schädel weg, ist das klar? Ich war's nicht. Ich hab den Bullen nicht erschossen. Halt die Klappe. Hast du sie umgebracht? War der Hundeführer eine Frau gewesen? Also der sah doch, hast du Sanna Dahlström ermordet? Verwirrung. Wovon zum Teufel redest du? Ich habe dir doch erzählt, dass sie sich das Leben genommen hat. Was soll das hier? Sie wurde ermordet. Wer hat es getan? Seine Gedanken rasten. Sie hat Selbstmord begangen. Pause. Woher weißt du, wie sie heißt? Antworte einfach. Amanda fuchtelte mit der Pistole umher. Immer mit der Ruhe. Wenn du sagst, wird's schlimm, aber warum sollte ich wissen, wer sie umgebracht hat? Was ist in diesem Haus in Sri Lanka passiert? Totale Verwirrung. Sag es! schrie sie. Willst du mich festnehmen? Wenn ja, tu es. Dann können wir in Ruhe über Urlaubserinnerungen plaudern. Er sah plötzlich, dass sie weinte. Sie war meine Schwester. Auf einmal waren sie nicht mehr allein. Alex kam auf sie zu, sah irrer aus als je zuvor richtete die Waffe auf Amanda, die mit dem Rücken zu ihm stand. "Lass die Knarre fallen, du Fotze." Amanda schien zu zögern, gehorchte dann aber, hob beide Hände und ließ die Waffe fallen. Adnan sprang aus dem Auto, öffnete die Tasche und holte die MP5 hervor, richtete sie auf Amanda. Ihre Blicke trafen sich. Atemnot. Was hatte sie gesagt? Ihre Schwester? Da ging ihm ein Licht auf, die Ähnlichkeit er hatte ja schon immer gefunden, dass sie jemandem ähnelte. Sanna. Wie zum Teufel? Ihm blieb keine Zeit zum Nachdenken. Schieß auf mich, sagte sie kaum hörbar, führte die Hand an den Brustkorb und zeichnete mit dem Zeigefinger ein Viereck darauf. Lass deine Hände oben, um, brüllte Alex hinter ihnen. Schieß auf mich, wiederholte sie. Im Hintergrund waren Sirenen zu hören, sie schienen sich zu nähern. Alex war kurz davor, Amanda in den Rücken zu schießen. Sie bewegte die Lippen. Schieß! Das Visier mitten auf das Viereck gerichtet, das sie ihm gezeigt hatte. Er konnte es kaum fassen, aber offenbar hatte er abgedrückt. Sie kippte rückwärts und wirkte überrascht, obwohl sie ihn dazu aufgefordert hatte, lag auf dem Rücken und hielt sich die Brust, versuchte zu atmen. Er beugte sich vor und nahm die Waffe auf, die sie zu Boden hatte fallen lassen, setzte sie ihr an die Stirn, sein Puls raste. Er schieß diese verfickte Notte. Alex näherte sich mit ausholenden Bewegungen. Adnan blickte sie an. Angst? Sein Finger berührte den Abzug. Adnan, ich bin schwanger. Was sagte sie da? Es ist dein Kind. Was zum Henker? Alex war schon sehr nahe. Hatte er es gehört? Hatte er es begriffen? Adnans Gehirn überturig. Er richtete stattdessen die Waffe auf Alex, zielte zwischen die Augen, drückte ab. Sah Alex in Zeitlupe, wie er nach hinten kippte, wedelnde Arme, die Beine in einem unmöglichen Winkel, verblüffter Gesichtsausdruck. Dann ein langgezogenes Stöhnen, wie Adnan es noch nie gehört hatte, von ihm selbst. Er bekam keine Luft mehr, riss seine Jacke auf. Sauerstoff. Sirenen immer näher. Amanda versuchte ächzend, ihre schusssichere Weste abzunehmen. Adnan ging in die Knie. Du musst in diesen Club rein. Bonobo, hörst du? Amanda umklammerte das Lenkrad so fest, sie konnte, um nicht mehr zu zittern. Ihre Brust schmerzte aber sie hatte das Risiko in Kauf nehmen müssen, sonst hätte Alex Röhrs sie erschossen. Jetzt lag er mit einem Loch in der Stirn im Schnee. Sie sah durch das Wagenfenster zu ihm hin, schloss die Augen, wusste, dass sie an seiner Stelle hätte liegen können, versuchte den nächsten Zug zu bedenken, ihre Kollegen würden bald hier sein. Auf Kanal 31 herrschte ein wildes Durcheinander. Niemand schien zu wissen, was Funkdisziplin bedeutete. Sie drückte den Sendeknopf, als es einmal kurz ruhig wurde. »Vorrang! Vorrang!« »Wer bittet um Vorrang? Kommen!« »31-69-12, ich habe einen der Räuber erschossen. Position? Gehweg zwischen Chistagongen und Helene-Lund. Kommen!« »Verstanden. Ein Täter erschossen. Sind weitere flüchtig? Kommen!« »Pause.« ja, einer der in einem gelben Opel verschwunden ist in Richtung Solentuna und Amanda an Söderling kommen. Ja, kommen. Söderling klang gestresst. Ich habe den Tipp bekommen, dass einer der Ganoven im Bonobo Zuflucht suchen will, ein Club in der Stadt. Ich schlage vor, dass wir die Adresse ab sofort überwachen lassen. Ich bin jetzt unterwegs dorthin kommen. Warte, du hast gerade einen der Täter erschossen, also bleibst du wo du bist. Wir schicken eine andere Streife hin, ist jemand frei kommen? Amanda antwortete so schnell, dass niemand dazwischenfunken konnte. Söderling, ich hab den Täter gesehen und kann ihn identifizieren. Ich fahre dorthin, kommen. Pause. Jetzt brannte vermutlich in Söderlings Kopf ein Feuerwerk ab. Konnte er wirklich die Gelegenheit verstreichen lassen, die Gelegenheit, einen Polizistenmörder zu fassen? Okay. Wenn du ihn ohne Maske gesehen hast, dann fahr. Amanda trat in das Hotel, das direkt gegenüber dem Bonobo lag. Schwache Beleuchtung, Kristallleuchter hingen an der Decke. Sie bestellte ein Mineralwasser und setzte sich an einen Tisch mit guter Sicht auf die Straße. Elegant gekleidete Leute starrten sie an. Sackförmige Hose und Stiefel, offenkundig nicht gefragt an so einem Ort. Vicky und Klippe waren in der Nähe postiert, ebenso zwei Männer von Nova: Petter und einer, der offenbar Micke hieß. Sie trank ihr Glas in einem Zug leer, die eiskalten Bläschen kitzelten am Gaumen. Ab und zu ging jemand in den Club, aber es war nicht allzu viel los, es gab bessere Ausgehtage als den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ein Türsteher in schwarzem, eng anliegendem Anzug stand am Eingang und ließ die Gäste hinein, zum größten Teil fein gekleidete Männer, denen es nicht an Geld zu mangeln schien. Sie verfolgte das Geschehen eine Stunde lang anderthalb Stunden. Schließlich sah sie einen Mann mit legerer Kleidung, Baggy Jeans und Kapuzenpullover mit einer Lederjacke darüber. Der Mann sprach kurz mit dem Türsteher und ging dann in den Club. Amanda ergriff die Gelegenheit, sagte ihren Kollegen per Funk, das war er. Der Mann, der gerade reingegangen ist. Bist du ganz sicher? fragte Krippe. Zu 99 Prozent. Dann los. Sie gingen zum Türsteher und zeigten ihre Polizeiausweise, er ließ sie ohne Zögern hinein. Polizeibesuche in Clubs waren nichts Ungewöhnliches. Amanda sah sich um. Deutlich weniger Gäste als beim letzten Mal, mehrere Sofas waren unbesetzt, ein paar vereinzelte Personen hockten an der Bar. Der Mann, den sie suchten, war nicht zu sehen. Amanda ging zum hinteren Teil des Clubs, wo ein weiterer Typ in schwarzem Anzug eine Tür bewachte. Man konnte die Tür kaum sehen, sie war schwarz angemalt und in eine schwarze Wand eingelassen. Polizei. Sie zeigte auch diesem Türsteher ihren Ausweis, sein Gesicht zeigte keine Regung. Wir suchen einen Mann mit Kapuzenpullover und Lederjacke, der vor wenigen Minuten hier reingekommen ist. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist? Nein, leider nicht. Steinernes Gesicht. Tja, hier ist er ja nirgendwo. Amanda ließ den Blick durch den Raum schweifen, wandte sich wieder an den Türsteher. Wärst du so nett und machst die Tür auf? Das geht leider nicht, das ist privat, hier hat die Öffentlichkeit keinen Zutritt. Aber du hast doch eben den Mann reingelassen. Davon weiß ich nichts, meine Schicht hat gerade erst angefangen. Okay, samt Handschuhe weg. Du, wir können das Ganze auf zwei Arten lösen. Entweder du kooperierst und alles läuft friedlich und ruhig ab. Oder du kooperierst nicht und dann wird es verdammt weh tun. Sie drückte den Sendeknopf ihres Funkgeräts. 31 69 12 an Einsatzkommando kommen. Petter antwortete in ihrem Ohrhörer, klang verwundert. Das Einsatzkommando ist doch gar nicht hier, willst du, dass ich sie rufe? Amanda? Gut, dann könnt ihr reinkommen, over and out. Äh, aber Amanda zog den Ohrhörer heraus und Petters Stimme verschwand. Sie blickte den Türsteher an, der seine Gesichtszüge nun nicht mehr ganz unter Kontrolle hatte, ein Mundwinkel zuckte. Ich rufe schnell den Eigentümer. Er holte sein Handy hervor. Amanda nahm es ihm weg. Du rufst niemanden an. Das einzige, was du tust, ist diese verdammte Tür zu öffnen, klar? Dafür komme ich in Teufelsküche. Ein Anflug von Angst in seinem Blick. Das ist eine Hausdurchsuchung, dagegen kannst du sowieso nichts machen. Los jetzt. Er öffnete die Tür. Sie gelangten in einen kleineren Raum mit einer Bar und ein paar Sofas. Einige der Männer, die Amanda von ihrem Beobachtungsposten in den Club hatte gehen sehen, waren hier. Einer saß auf einem Barhocker und trank einen Cocktail, er hatte eine Glatze und trug eine Brille. Ein anderer hatte einen Schnurrbart, war klein und richtig fett. Der Mann mit dem Kapuzenpullover und der Lederjacke saß auf einem Stuhl. Krippe packte Amanda am Arm und flüsterte: "Da ist er." "Egal." Krippes Augenbrauen zogen sich zusammen. Amanda blickte ihn durchdringend an. "Entweder du hilfst mir oder du bewachst Mr. Stoneface da drüben." Sie deutete mit einem Kopfnicken auf den Türsteher, der auf den Boden starrte und jeglichen Blickkontakt mit den Gästen vermied. Krippe massierte sich die Stirn, stieß einen langen Seufzer aus, dann sagte er zu dem Türsteher: Mach die Tür da hinten auf. Ich muss, Mr. Ausdruckslos deutete auf sein Funkgerät. Mach, sagte Krippe. Dann befahl er Vicky, du sicherst diesen Raum, keiner darf raus. Vicky nickte, verstanden. Der Türsteher sprach mit jemandem hinter der Tür, auf Russisch? Sie schienen zu diskutieren, wirkten uneins. Schließlich ging die Tür auf, Amandas Herz schlug schneller, der Russe mit der langen Narbe im Gesicht starrte sie an. Er trug dieselbe Kleidung wie die anderen Türsteher, hatte aber kein Namensschildchen an der Brust. Grimmige Miene. Hätte er Türsteher Nummer eins in diesem Moment erwürgen können, so hätte er es vermutlich getan. Er fluchte etwas auf Russisch, schlug sich zweimal mit der Faust auf die Brust, machte einen Satz nach vorn und rannte wortlos an Amanda und Klippe vorbei. Amanda blieb ganz ruhig und gab Petter und Micke per Funk Bescheid. Die beiden saßen inzwischen sicher schon auf Kohlen und würden sich gern der Herausforderung stellen, einen Russen mit Elitesoldatenausbildung dingfest zu machen. Türsteher Nummer eins war um einiges hilfsbereiter, war vermutlich der Ansicht, dass ein Fluchtversuch sinnlos war. Er führte sie durch die Tür. Sie gingen einen dunklen Flur mit schwacher Deckenbeleuchtung entlang, an dessen Ende eine Eisentür mit Kotschloss. Amanda bedeutete dem Türsteher mit einem Nicken aufzumachen. Seine Hand zitterte, als er die Zahlen eingab. Amanda drückte den Griff herab. Die Tür war schwer. Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, was sie sah. Ein blasser und fetter Hintern wippte rhythmisch, stieß hart zu, röchelndes Stöhnen. Der Mann machte einen Satz zurück, als er den Besuch bemerkte. Erschrockener Gesichtsausdruck, glitzernde Schweißperlen auf der Oberlippe, er zog seine Hose hoch und wäre um ein Haar hingefallen. Knippe befahl ihm, sich hinzulegen. Zurück zu dem rustikalen Tisch, Arme und Beine festgebunden mit dicken Ketten, die an der Decke verankert waren, nicht in der Lage, sich zu bewegen, die Beine gespreizt, Maulkorb. Der zottlige Körper reglos, Augen ohne ein Leuchten, sahen Amanda an. Plötzlich setzten sich alle Puzzleteile zusammen. Der Artikel in der Zeitung, ein aus dem Zoo gestohlener Pavian, Bonobo, The Love Monkey. Der Aschenbecher mit einem Affenkopf darauf, der von Sanna gezeichnete Affe in ihrem Tagebuch, Adnan, der sich vor dem Haus in Sri Lanka übergab. Amanda ging zu dem Tier und legte die Hand auf den haarigen Arm. Julia, flüsterte sie. Leere Augen, ein Zwinkern, hörte sie auf den Namen Julia, der Pavian aus dem Kohlmordenzoo. zoo War sie das? Plötzlich stand er da, Vincent Bonneröd. Trotz der hageren Figur füllte seine Präsenz den Raum, eine weiße knallenge Jeans, Nietengürtel, pastellfarbenes Hemd mit tiefem V-Ausschnitt. Sieh mal an, schon wieder netter Besuch. Aber euch ist wohl ein Detail entgangen. Vincent machte ein paar Schritte weiter in den Raum, dominante Haltung. Dies ist ein privater Bereich, und Ihr habt keinen Hausdurchsuchungsbefehl. Ich kann Euch garantieren. Moment mal. Amanda hob ihre Hand. Dir ist schon klar, dass wir dich verhaften und aufs Revier mitnehmen, oder? Vincent lachte auf, laut und sehr kurz. Weswegen denn? Weil meine Kunden Affen mögen. Er zeigte auf den Mann, der mit hochroten Wangen am Boden lag und an die Wand starrte. Knippe stand seelenruhig daneben. Vincent fuhr fort. Wenn ich mich nicht täusche, so hat der schwedische Staat im Jahr 1944 die Sodomie für legal erklärt. Staatlicherseits ist es also vollkommen in Ordnung, wenn man Tiere fickt. Weswegen willst du mich verhaften, Amanda Palla? Diebstahl, Tierquälerei? Mein Anwalt wird mich in ein paar Stunden rausholen, ihr aber kriegt einen Riesenärger. Er war verrückt. Aber nicht verrückter als sie. Sie ging volles Risiko. Vincent Bonnerud, du bist festgenommen. Und diesmal wird Magnus Blomberg dir nicht helfen. Er wird selbst verdächtigt, einen Verbrecher in mehreren Vergewaltigungsfällen geschützt zu haben. Und dir ist sicher klar, wen er da geschützt hat, oder? Sie hielt inne und ließ die Worte wirken. Vincent erblasste. Sein Blick flackerte. Nun, Vincent Bonnerud, wir werden sehen, wer hier den Riesenärger bekommt. Sodomie ist bestimmt nichts womit man im knast prahlt oder epilog adnan zögerte als er durch das tor zum friedhof trat wie würde hosein reagieren wenn er ihn sah und sah mir die trauergemeinde stand weiter vorn schwarze rücken gesenkte köpfe dann sah er die räder den rollstuhl darin eine magere gestalt die ihn anblickte hajir ein Bruder, der einen niemals im Stich ließ. Die Tränen brannten in den Augen. Er hatte sich zwei Monate lang versteckt, dabei in Laubenkolonien in kleinen Puppenhäusern übernachtet, schweinekalt. Manchmal hatte er sich die Hände über einem Gasofen gewärmt. Er traute sich nicht in Midans Wohnung, wusste nicht, ob die Bullen von dem Versteck wussten. Eigentlich wusste er nicht einmal, ob er sich überhaupt zu verstecken brauchte. Wurde er verdächtigt? Für den Überfall? Den Mord an dem Polizisten? Die Hinrichtung von Alex? Er hatte keine Ahnung. Amanda wusste alles, aber hatte sie etwas gesagt? Hatten die Bullen irgendwelche Beweise? Die Angst hatte ihn aufgefressen, buchstäblich. Er hatte keinen Appetit mehr. Er aß nur noch das, was er zum Überleben brauchte, zum Nachdenken. Aber wollte er das überhaupt? Vielleicht wäre es besser, das Denken sein zu lassen. Er war ein Mörder. Er hatte Alex hingerichtet. Aber welche Wahl hatte er gehabt? Entweder Alex oder Amanda. Er hatte sie gerettet. Und ihr Kind. Er würde Vater sein. Stimmte das überhaupt? Der brutale Mord an dem Polizisten war in den ersten Wochen täglich Thema in den Nachrichten gewesen. Und Adnans Angst bekam jedes Mal einen neuen Schub, wenn er davon hörte. Die Polizei suchte noch immer nach mindestens zwei Räubern. Bedeutete das, dass Midan entkommen war? Es wurde auch gesagt, dass einer der erschossenen Ganoven mit dem Polizistenmord in Verbindung gebracht werden konnte, aber dass es noch einen weiteren Täter geben könnte. Die Polizei hoffte auf Hinweise aus der Bevölkerung. Adnan gab einen Dreck auf das, was in den Medien verbreitet wurde. Er wusste, dass die Bullen die Wahrheit verdrehten und Fakten zurückhielten, um die sensationslüsterne Öffentlichkeit und die flüchtigen Täter reinzulegen. Scheiße. Sie hatten sogar behauptet, dass die Kohle noch immer weg war. Warum logen sie in so einem Punkt? Adnan kapierte das nicht. Wollten sie, dass die Räuber sich gegenseitig verdächtigten? Dass sie durchdrehten und sich gegenseitig verpfiffen? Amanda hatte die Kohle genommen. Sein übelster Fehler überhaupt, als er sie eine Sekunde lang aus den Augen gelassen hatte, um die Zündkabel miteinander zu verbinden. Dann hatte er in eine Pistolenmündung geblickt. Ich kann dir das Geld nicht lassen. Tut mir leid, hatte sie gesagt. Du weißt, wie sehr ich es brauche. Sie hatte den Kopf geschüttelt. Die Sirenen waren da schon zu hören gewesen. Er war gefickt. Der Geistliche las etwas aus einem Buch und die Leute traten vor, um Blumen auf den Sarg zu legen. Adnan hielt sich im Hintergrund, wollte nicht riskieren, entdeckt zu werden. Die Beerdigung von Alex und die hatte er aus Sicherheitsgründen gemieden, aber diese hier war alle Risiken wert. Seine Mutter war an einem Herzinfarkt gestorben. Er hatte es erfahren, als er Samir angerufen hatte, um ihn zu beschimpfen. Er war zu diesem Zeitpunkt rasend vor Wut und hatte alle Schuld auf seinen kleinen Bruder geschoben. Dabei konnte es jeder gewesen sein, die ja, Alex, Sascha, Bullen, die sie beschattet hatten. Samir war nicht auf die Anschuldigungen eingegangen. Ihre Mutter war tot. Der Bescheid, dass Samir nicht mehr wegen einer Vergewaltigung verdächtigt wurde, kam erst mehrere Wochen nachdem der Staatsanwalt beschlossen hatte, die Anklage fallen zu lassen. Da war es zu spät. Alles war zu spät. Das Kleid klebte ihr am Leib. Sie schob die Sonnenbrille ins Haar, als der Kellner mit dem Essen kam, wollte sehen, was sie aß. Reis mit Curry. Thanks, sagte Amanda. Der Kellner öffnete die Mineralwasserflasche und verließ den Tisch, die kalten Schlucke taten gut in der schwülen Hitze, obwohl sie im Schatten saß. Sie war zurück auf Sri Lanka, in Negombo, wo sie und Adnan ihre Reise beim letzten Mal begonnen hatten. Hier schien die Zeit stillgestanden zu haben derselbe Kellner, dasselbe Personal an der Hotelrezeption, dasselbe Essen. Das war balsam für die Seele. Herrlich. Die Hausdurchsuchung im Bonobo war der Startschuss zu einem von Schwedens größten Sexualverbrechenskandalen gewesen. Man fand Unmengen von pornografischen Filmen, die per Internet auf der ganzen Welt verbreitet worden waren. Kinder und Tiere kamen darin fast überall vor. Eine Sonderermittlungsgruppe war eingerichtet worden und inzwischen stand Vincent Bonnerud unter Verdacht, das ganze Netzwerk gegründet zu haben, unabhängig davon, was er und seine Anwälte behaupteten. Amanda hatte den Film mit Sanna gefunden. Den Film, vor dem sie sich so sehr gefürchtet hatte. Sannas Vergewaltigung war auch gefilmt worden. Dann wurde sie ermordet. Nahm Amanda an. Weil sie bei der Polizei Anzeige erstattet hatte. Wie auch die anderen jungen Frauen. Aber das würden sie nie beweisen können. Nur durch ein Geständnis würden Vincent und seine Lakaien wegen Mords verurteilt werden können. Außer in Jensines Fall. Da hatten die Schuhe des Russen mit der Narbe mit dem Schuhabdruck in Jensines Wohnung übereingestimmt. Hier bestand Hoffnung auf Gerechtigkeit, auch wenn die Chancen auf einen Schuldspruch bei 50-50 lagen. Eine Frage blieb. Was hatte Magnus Blomberg davon gehabt, Vincent Bonnerud behilflich zu sein? Geld? Sodomie? Niemand wusste es, aber jeder hatte eine Meinung dazu. Der Affenficker. Gerücht Nummer eins im Polizeirevier. Wie gestört musste man sein, um auf so etwas zu stehen. Für Amanda war die Mission zu Ende. Das Leben der Personen, die an Sannas tragischem Schicksal beteiligt waren, war komplett auf den Kopf gestellt. Adnan war zwar noch auf freiem Fuß, dank ihrer eigenen Schwäche, aber er steckte tiefer in der Scheiße als je zuvor. Warum blieb dann das Gefühl von Genugtuung aus? Amanda bezahlte ihr Essen und ließ reichlich Trinkgeld auf dem Tisch zurück. Dann ging sie durch die Eingangshalle und hinaus auf die Straße. Ihr Guide war bereits da und wartete in seinem weißen Minibus. Als er sie sah, stieg er aus und öffnete die Tür. Hello again, Miss Paller. Nice to see you. Sie hatte denselben Guide angeheuert, den sie und Adnan beim letzten Mal gehabt hatten. Where is your husband? Sie lächelte. He was not my husband and we are not seeing each other anymore. Oh, I'm sorry. Der Guide wirkte bekümmert. You looked very in love. Er schüttelte den Kopf. Amanda lehnte sich zurück und schaute durch die Scheibe hinaus. Froh, ihren Gedanken freien Lauf lassen zu können. Sie blickte auf das Leben, das entlang der Straße ablief, Holzbuden, in denen exotische Früchte verkauft wurden, baufällige Hütten, in denen Familien wohnten, davor Wäscheleinen, an denen Klamotten trockneten. Sie waren unterwegs nach Pinavala, einen Ort, an dem es ein Waisenhaus für Elefanten gab. You like the elephant orphanage? Fragte der Guide. Well, yes. I remember you were there last time as well. Now they have monkeys also. Did you know? Oh, really? Yes. Someone gave the orphanage lots of money. And I heard the permission was to take care of some monkeys that had been treated very bad. Interesting. And who gave the money? Do you know? No, no, I just heard. But it was very, very much money. Actually, I think it was someone from Sweden. Really? Yes, people very rich in Sweden, right? Amanda lächelte und rückte ihre Sonnenbrille zurecht. Yes, they are. Very rich. Die Tür wurde geschlossen und von außen verriegelt. Magnus schlug dagegen und sah, dass der Wärter zurückkam, blickte ihn durch das Kuckloch an, das gerade einmal Platz für ein Auge ließ, wenn man nahe davor stand. Kannst du bitte noch mal aufmachen?, sagte Magnus. Der Wärter schüttelte den Kopf. Hör jetzt auf, Blomberg. Wir haben für so einen Unfug keine Zeit. Aber du weißt, dass ich Panik kriege. Die äußere Tür schloss sich. Im Kuckloch war nichts mehr zu sehen. Magnus versuchte seinen Atem zu kontrollieren, sog tief die Luft ein, ließ sie langsam entweichen. Er starrte an die Decke. Das hier konnte nicht real sein. Bald würde er aufwachen und merken, dass er alles geträumt hatte. Aber er wusste, dass es nicht so war. Morgen musste er wieder in den Gerichtssaal, Tag zwei der Verhandlung. Sein Körper zuckte unfreiwillig, das Schluchzen war nicht zu unterdrücken. Er hatte es gespürt, dass alles zusammenstürzen würde. Aber er hatte weitergekämpft und gehofft, dass sich alles lösen würde. Irgendwie hatte die Wirklichkeit verdrängt die Wahrheit. Wie in dem Moment, als die Journalisten ihn nach dem Überfall interviewt hatten, da war er der Held gewesen, alles in Butter. Dann aber waren zwei uniformierte Kollegen zu ihm gekommen und hatten gesagt, dass er ihnen aufs Revier folgen müsse. Magnus hatte sich geweigert. Warum aus dem Rampenlicht treten, wenn alles so gut lief? Da hatten sie erklärt, dass er festgenommen sei. Er habe keine Wahl. Wolle er ein Theater veranstalten? Nein, das wollte er natürlich nicht. Er folgte ihnen und setzte sich auf die Rückbank des Streifenwagens, nicht hinter den Fahrer, sondern hinter den Beifahrersitz, der Platz für die Gauner. Einer der Kollegen setzte sich neben ihn, da erst fiel der Groschen. Alles brach zusammen, es war vorbei. Mitten in der Panik auch Erleichterung. Er konnte nicht mehr, war fix und fertig. Er hatte erst gedacht, dass Samir hinter allem steckte, aber dann hatte sich gezeigt, dass Pia ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatte, sie hatte sogar Fotos ihrer Verletzungen und ein Tagebuch vorgelegt. Wie konnte sie ihm so etwas antun, nach all den gemeinsamen Jahren. Und dann war er immer tiefer gefallen, plötzlich wurde er der Beihilfe zu mehreren Morden verdächtigt. Nachdem Vincent die Mädchen unter Drogen gesetzt und ausgenutzt hatte, hatte er Magnus die Beweise ausradieren lassen, anschließend hatte Vincent die Mädchen selbst ausradiert. Hatte Magnus glauben lassen, dass die Betroffenen für ein paar Scheinchen eingewilligt hatten, die Anzeigen zurückzuziehen, wie hatte er nur so blauäugig sein können? Das eine führte zum anderen bei der Hausdurchsuchung in seinem Haus fand man sein Filmprojekt, dem er passenderweise den Titel Unter der Uniform gegeben hatte. Das war schließlich der Todesstoß gewesen. Der Gerichtssaal war voll besetzt. Journalisten, Kollegen und andere Zuschauer schlugen sich um die Plätze. Magnus konzentrierte sich auf einen Kratzer in der Tischplatte. Sein Verteidiger Tommy Martinson saß neben ihm und blätterte in seinen Papieren. Magnus blickte zur anderen Seite des Saals hinüber. Pia sah auch nervös aus und sagte etwas zu ihrer Anwältin. Der Staatsanwalt Christopher Ekelund ergriff das Wort. Die Vorwürfe lauten grobe häusliche Gewalt in Form von psychischer und physischer Misshandlung gegenüber der Klägerin Pia Blomberg in den Jahren. Magnus konzentrierte sich wieder auf die Tischplatte. Was da passierte, war nicht real. Er kniff sich in den Arm. Verdammt! Die Stimme des Staatsanwalts drang durch seine Gedanken. Vergewaltigung durch gewaltsames Erzwingen von Geschlechtsverkehr mit Morlin Simonson im Nachtclub Paradies? Magnus hatte nicht verstanden, wer Morlin Simonson war, als er diese Anschuldigung zum ersten Mal gehört hatte. Dann hatte der Beamte, der ihn vernahm, mehr Details genannt. Kräftige Hämatome am Hals, Todesangst, Blutungen im Enddarm. An jenem Abend hatte sie Rebecca geheißen. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Montieren einer Videokamera in der Frauenumkleide lautes Gemurmel im Saal Magnus und der Kratzer in der Tischplatte wurden beste Freunde Schutz eines Verbrechers durch das Vernichten von Beweisen in sieben Fällen von Vergewaltigung, die bei der Polizei angezeigt wurden sein Gesicht brannte vor Scham. Hier saß er, Magnus Blomberg, ein hochrespektierter Polizeikommissar. Inzwischen in einem Atemzug genannt mit Schwedens Affenficker-Szene. Dabei hatte er doch nur ein wenig Spaß haben wollen. Er schielte wieder zu Pia. Dachte sie auch, dass er ein Mörder war, dass er auf Tiere stand? Dachte sie das wirklich? Er würde es nie erfahren.